Das Pflegeheim Höwigweih war für die besser Betuchten, das stand fest. Ein typisches Westendheim, dachte Mia, als sie durch die Türen in das helle, offene Foyer traten. Sauber und schön, neue Möbel, moderne Lampen, signierte Kunstdrucke an den Wänden. Mia erkannte mehrere Künstler. Ihre Mutter Eva hatte sich sehr für Kunst interessiert und war mit den Mädchen zu allen Ausstellungen gegangen, die erreichbar gewesen waren. An den Wänden hingen außerdem Fotos von allerlei Unternehmungen, ein Schrank war mit Pokalen gefüllt. Ausflüge im In- und Ausland, Bridge-Turniere, Bowling. Auch wenn das Haus eine Art vorletzte Ruhestätte war, sah es eigentlich gar nicht danach aus. In diesem Pflegeheim war das Leben erst zu Ende, wenn man im toten Meer gebadet oder einen Preis für den dicksten Kürbis gewonnen hatte. Wünsch mir Glück, seufzte Holger und verschwand in einem Gang. Zu einem Privatzimmer vermutete Mia mit eigenem Badezimmer, Fernseher, Radio und Service rund um die Uhr. Hier brauchten keine alten Leute tagelang in ihren Windeln zu liegen ohne Essen und Wasser. Sie setzte sich in einen Sessel und griff nach einer Zeitschrift. Wir über sechzig, die Zeitschrift für ihre besten Jahre. Leichtes Training verhindert Demenz. Toppenbeck hat einen Lippenstift passend zum Auto. Mia fragte sich, was ihre Großmutter zu diesem Haus gesagt hätte, zu diesen Zeitschriften, und sie schmunzelte. Sie legte die Zeitschrift weg und wollte sich eine andere nehmen, als ihr Blick auf eine der Urkunden an der Wand fiel. Kanasterturnier Weihnachten 2009. Siegerin Veronika Backe. Mia sprang auf, sah genauer hin. Doch, Veronika Backe. Es musste dieselbe sein. Sie ging zu der Glastür weiter hinten und betätigte eine kleine Klingel. Kurz darauf tauchte aus dem Hinterzimmer eine Pflegerin auf. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Die Pflegerin passte gut in das Heim, munter, hübsch und mit roten Wangen. Vielleicht stellen die nur Leute ein, die zur Einrichtung passen, dachte mir. Keine gebückten, verschlissenen Rücken, die sich die Zigaretten selber drehen, hier draußen. Die Frau war etwa in ihrem Alter, groß und gut aussehend, mit knallblauen Augen, die schwarzen Haare zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden. Mia Krüger, sagte mir. Sie überlegte, ob sie ihren Dienstausweis vorlegen sollte, und entschied sich dagegen. »Marlin, wen möchten Sie besuchen?«, fragte die freundliche Frau. »Ich bin mit einem Freund hier, Holger Munk. Er besucht seine Mutter.« »Hildur, ja.« Die Frau mit den blauen Augen lächelte. »Reizende Dame.« »Ja, das kann man wohl sagen,« erwiderte mir. »Ich bin nur ein bisschen neugierig. Ich, ähm, ich habe gerade gesehen, dass Hildurs Freundin Veronika ein Kanasterturnier gewonnen hat. Ja, da hängt so eine Urkunde.« »Das stimmt.« sagte die Frau lächelnd. Das machen wir jedes Jahr zu Weihnachten. Ich glaube, Veronika hat die letzten drei Jahre vor ihrem Tod immer gewonnen. Ich habe noch nie Kanaster gespielt, sagte Mia. Ich auch nicht. Die freundliche Frau blinzelte. Aber den alten Leuten macht es Spaß. Das ist ja das Wichtigste, sagte Mia lächelnd. Aber mir ist da noch etwas eingefallen. Entschuldigen Sie bitte die Frage. Ich weiß gar nicht, ob Sie die überhaupt beantworten dürfen. Aber backe? Ist sie nicht verwandt mit diesem, ja, sie wissen schon, diesem, diesem tollen Schauspieler? Benjamin Backe? Ja, den meine ich. Die Frau mit den blauen Augen sah sie an. Hm, eigentlich darf ich solche Auskünfte nicht erteilen, sagte sie amüsiert. <laughs> schon klar, Mia nickte. Hatte sie oft besucht? Haben sie ihn gesehen? Sieht er in Wirklichkeit auch so gut aus? Die Frau mit dem Pferdeschwanz lächelte. Hm. Er war nicht so oft hier, vielleicht zweimal im Jahr. Unter uns im Fernsehen macht er sich besser. Sie lachte. <lacht> ich verstehe. Mir zwinkerte. Möchten Sie eine Tasse Kaffee, während Sie warten? Ich wollte gerade Mittagspause machen, da kann ich Ihnen auch einen Kaffee kochen. Nein, das, das ist nett, danke, sagte Mir und kehrte zu ihrem Sessel zurück. Die Frau mit den blauen Augen lächelte noch einmal und verschwand wieder im Hinterzimmer. In der Ecke stand ein kleiner Fernseher mit Fernbedienung. Für zwölf Uhr war eine weitere Pressekonferenz anberaumt worden. Mir Krüger war heilfroh, dass ihr die erspart blieb. Die Medien. Sie hatte kein gutes Verhältnis zu den Presseleuten. Wenn sie in der Nähe waren, war sie nie entspannt. Man brauchte sozusagen zwei Gesichter. Durfte nie sagen, woran man dachte, sondern nur das, was klug war. Das lag ihr einfach nicht. Sie wollte ehrlich sein dürfen. Es war wohl so wie beim Theater. Manche liebten das Rampenlicht, andere wollten ihre Ruhe. Sie stellte den Ton lauter und suchte NRK. Die Kindermorde. Auch hier auf dem Bildschirm war die Schrift grell. Mia Krüger schüttelte den Kopf und stellte noch lauter. Zwei Moderatoren im Studio, vor der Treppe unten in Grönland ein Reporter. Die Pressekonferenz war offenbar verschoben worden. Mia schaltete den Fernseher wieder aus, trat vor die Tür und rief Gabriel an. Hallo? Warum sind wir verschoben worden? Ist was passiert? Nein, es fängt gleich an. Okay. Und macht das heute Annette? Ich glaub schon. Und, und diese andere Juristin, die mit den kurzen Haaren. Heidi. Kann sein. Weißt du schon mehr über Veronika Backe? Sollte ich? Nein. Aber ich hab da was, sagte Mia. Kannst du etwas für mich nachsehen? Gabriel seufzte. Natürlich. Was denn? Ist was? Nein, nein, es ist nur. Naja, ich muss mich eben überall einarbeiten. Und ja, meine Freundin ist schwanger. Hey, gratuliere. Ja, danke. Ja, was, was soll ich für dich nachsehen? Ich bin nicht ganz sicher. Es ist nur so ein Gefühl. Ich hätte gern Zugang zu dieser Liste vom Pflegeheim. Wie heißt die noch gleich? Die Warteliste? Brauchst du einen Platz? Haha, du hast dich aber schnell akklimatisiert. Fühlst du dich so wohl bei uns? lachte Mia. Tut mir leid, sagte Gabriel. Ich bin heute einfach sauer. Lass das nicht an mir aus, dass deine Freundin schwanger ist, sagte Mia grinsend. Dafür hast du ja selbst gesorgt. Schon das ja. Ist es eigentlich üblich, dass Schwangere mitten in der Nacht irgendwas wollen, Softeis zum Beispiel? Also ich habe gerüchteweise gehört, dass Schwangere seltsame Gelüste kriegen, sagte Mia. Weißt du, wie schwer es ist, mitten in der Nacht Softeis aufzutreiben? Mia lachte. Ja, ja, sehr witzig, entgegnete Gabriel. Der Junge war offenbar wirklich schlecht gelaunt. Du weißt Angestellte und so, Gäste und so. Gäste? Wie heißt das denn, wenn du im Heim wohnst? Insassen, Kundschaft? Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, die reden von, von Angestellten und Bewohnern. Schön, kannst du das besorgen? Legal oder wie? Nein. Ich gehe davon aus, dass du mich deckst, wenn ich Ärger kriege. Ah, du bist von Möller eingewiesen worden, höre ich. Ja, das stimmt, seufzte Gabriel. Ich übernehme natürlich die Verantwortung, sagte mir. Das Pflegeheim im Höwigweih. Brauchst du die Adresse? Nein, nein, die finde ich. Suche ich etwas Bestimmtes? Keine Ahnung, es ist nur so ein Gefühl, wie gesagt. Munks Mutter und Veronika Backe im selben Heim, ich meine, da muss man doch mal nachsehen. Munks Mutter? Hab ich das laut gesagt? Verdammt, muss ich jetzt Munk auch noch anlügen? seufzte Gabriel. Der soll nichts davon wissen, vermute ich. Kluger Junge, sagte Mir. Aber jetzt muss ich los. Wann ist das nächste Briefing für alle? Um drei. Schön, bis dann. Mir steckte ihr Telefon wieder ein, als Munk auf die Treppe trat. Sie wollte zu ihm gehen, hielt aber inne, als sie sah, dass er nicht allein war. Eine Pflegerin in der gleichen weißen Tracht wie die Frau mit den blauen Augen stand neben ihm, schön und schlank, mit langen, wogenden, rotblonden Haaren. Die Pflegerin lachte laut, legte Munk die Hand auf den Arm, und Munk errötete wie ein Teenager und bohrte die Hände in die Taschen. Mia nahm sich noch eine Pastille und ging ein paar Schritte beiseite. Munk und die Pflegerin wechselten noch ein paar Worte, dann berührte sie noch einmal seinen Arm und ging ins Haus. Was war das denn? fragte Mia, als Munk zum Auto kam. Frag nicht, sagte Munk und gab sich Feuer. Wer war das? Wer denn? fragte Munk. Na, was glaubst du? Munk setzte sich ins Auto, ohne seine Zigarette auszudrücken. Ach wie? Das ist, äh, ja, ich glaube, sie heißt Karen. Sie kümmert sich um meine Mutter. Ich musste nur. naja. Munk ließ den Motor an und bog auf den Höweg bei. Ja, was musstest du nur? Gibt's irgendwas Neues? wechselte Munk das Thema. Äh, die Pressekonferenz jetzt gleich. Munk schaltete das Radio ein. Mia konnte Annettes Stimme hören. Nichts Neues. Wir suchen. Wir bitten um Hinweise. Sie hatten nichts Neues. Aber die Welt verlangte trotzdem Pressekonferenzen. Mia warf Munk einen Blick zu. Er hing seinen Gedanken nach. Sie überlegte, ob sie ihm erzählen sollte, dass Veronika Backe das Pflegeheim mit seiner Mutter geteilt hatte. Aber sie verzichtete erst einmal darauf. Gabriel kümmerte sich darum und Munk schien andere Sorgen zu haben. Du musst zum Psychologen sagte Munk plötzlich, als sie den Drammenzweih erreicht hatten. Wie meinst du das? Munk zog eine Visitenkarte aus der Jackentasche und gab sie ihr. Du musst zum Psychologen. Wer sagt das? Mickelson. Ja, verdammt! Sieh mich nicht an. Die haben deinen Anruf heute Nacht abgefangen. Die denken, du bist neben der Spur. Das können sie sich abschminken, fauchte Mia. Habe ich auch gesagt. Dann sind wir ja einer Meinung. Mia öffnete das Handschuhfach und warf die Visitenkarte hinein, ohne sie sich genauer anzusehen. Was für eine Frechheit! Was hast du denn erwartet? Ein bisschen Scheißrespekt. Na, viel Vergnügen dabei, seufzte Munk. Sollen wir unterwegs schnell einen Burger einwerfen? Ja, von mir aus gern, sagte Mia. Munk nahm die nächste Ausfahrt und hielt vor einer Tankstelle, als es anfing zu regnen. Der Regen prasselte gegen die Scheiben der Aftenpostenredaktion im Post-Giro-Gebäude. Sie hatten sich in Grungs Büro versammelt, um sich die Pressekonferenz anzusehen, die eigentlich für zwölf angekündigt worden und dann um zehn Minuten verschoben worden war. Anwesend waren Mickel-Woldt, Silje Ohlsen und Erik Rönning und Redakteur Grung selbst. Und obwohl er nicht gern so dachte, hatte mickel ausnahmsweise einmal den besten Platz erwischt, im Ledersessel neben Grung. Seit dem Telefongespräch in Sküllerütt war etwas passiert er war avanciert stand plötzlich im mittelpunkt der ereignisse grung stellte den fernseher leiser und bat um wortmeldungen sie hatten es für sich behalten dass der täter sich bei ihnen gemeldet hatte hatten es nicht veröffentlicht noch nicht darüber sprachen sie jetzt sollten sie es verwenden und wenn ja wie ich finde wir warten sagte silje und biss in einen apfel und warum fragte grung weil wir nicht wissen ob er verschwindet wenn wir damit an die öffentlichkeit gehen ich finde, das sollten wir verdammt noch mal machen", sagte Erik. Erik war erst 26, aber ein begnadeter Journalist, der seit seiner Einstellung vor wenigen Jahren Grungs Augenstern war und normalerweise saß er in dem Sessel, den jetzt Mickel inne hatte. Wenn der Junge neidisch oder eifersüchtig war, dann verbarg er das gut. Er saß ganz ruhig und breitbeinig da und spielte ein wenig mit einem Stressball aus Gummi. Wer sagt denn, dass die Frau nicht morgen bei WG anruft oder heute Abend bei Darkblade? fragte er jetzt. Wir haben hier eine Chance für einen Scoop, und die haben wir jetzt. Volt deutete ein Lächeln an. Erik benutzte das Wort Scoop neuerdings sehr oft, nachdem er im Vorjahr für eine Serie über die Obdachlosen von Oslo den Scoop preis gewonnen hatte. Und warum hat sie die anderen dann noch nicht angerufen? gab Silje zurück. Silje und Erik waren wie Tag und Nacht, sie, Anfang zwanzig, laut mit Piercing in der Lippe und klaren linksliberalen Tendenzen, jedenfalls für die Maßstäbe von Aftenposten. Er, ruhig, gelassen, meistens im Anzug, mit akkuratem Scheitel, der Traum jeder Schwiegermutter, mit verbindlichem Lächeln und leisem Spott, wenn es in der Redaktion zu Diskussionen kam, dann meistens zwischen diesen beiden. Mickelwold war eher ein Journalist der alten Schule, Notizblock und Stift, und immer dicht am Fall, er hatte noch nie über etwas oder jemanden geschrieben, den er nicht persönlich getroffen oder genauer untersucht hatte. Jetzt gab es oft Pressemitteilungen und einen raschen Anruf oder gar keinen Anruf. Was die Kleidung anging, neigte er weder zu Siljes noch zu Eriks Stil. Er war wohl eher dazwischen. Ob er ein bisschen langweilig war? Er hatte das einige Male gedacht. Ob er sich endlich mal zusammenreißen und sich Klamotten zulegen sollte, ja, die so aussahen wie die in den Zeitschriften, die bei seiner Schwester herumlagen und die seine Persönlichkeit betonten? Er war noch nicht dazu gekommen. Die Kleidung in seinem Schrank hing seit fast zehn Jahren da. Es lag irgendwie daran, er wusste nicht genau, wie er das ausdrücken sollte. Also ein eitles Aussehen, egal mit welchem Stil fand er, passte nicht zu diesem seriösen Beruf. Aber das konnte jetzt auch egal sein. Der Täter hatte ihn angerufen und sonst niemanden. Stimmt, sagte Erik, wir müssen die Gelegenheit nutzen. Ach komm, Erik, passiv-aggressives Argumentieren ist uns Frauen vorbehalten, oder? War ich jetzt gerade passiv-aggressiv? Ach Jesus, jetzt hör doch auf, lachte Silje. Was meinst du, Mickel? fragte Grung und drehte sich zu ihm um. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, sagte Mickel und räusperte sich. Ich finde einerseits, wir können das bringen, das meine ich wirklich. Exklusiv, warf Erik ein und ließ den Stressball über den Tisch kullern. Aber andererseits, sagte Mickel, wäre es blöd, eine oder zwei Schlagzeilen zu verbrennen und dann den Kontakt zu verlieren. Es wäre ja möglich, dass wir helfen können. Es wurde wieder still in der Runde. Helfen? fragte Silje. Meinst du zur Bullerei gehen? Zur Polizei, seufzte Grung. Wir sind hier nicht bei Klassekampen. Wir arbeiten bei Aftenposten. Und da dürfen wir nicht Bullerei sagen? Silje verdrehte die Augen und biss wieder in ihren Apfel. Jedenfalls, sagte Grung, wir müssen uns das unbedingt überlegen. Was denn? fragte Erik, ob wir mit unserem Wissen zur Polizei gehen wollen. Ach, wozu sollte das denn gut sein, seufzte Erik? Erstens haben wir nichts, nichts Handfestes, nichts, was sie verwenden können, aber wir, wir können es verwenden. Seht ihr das nicht so? Es ist schon seltsam, dass ich das sagen muss, aber ich stimme Erik wirklich zu. Nicht damit, dass wir nicht zur Bullerei gehen sollen. Zur Polizei, warf Grung ein. Aber wir haben nichts, was sie verwenden können, noch nicht. Stimmt, sagte Erik und nickte. Wenn wir das jetzt veröffentlichen, wer weiß, was uns dann entgeht. Und außerdem, das ist drei Tage her, Schnee von gestern. Nein, das ist es nicht, widersprach Erik. Es ist taufrisch. Psst, jetzt geht es los, sagte Grung und stellte den Fernseher lauter. An diesem Tag leitete Annette Goli die Pressekonferenz zusammen mit der Staatsanwältin Heidi Simonsen. Goli und Simonsen, seufzte Erik und drückte wieder auf seinen Ball. Wann bringen sie Munk oder Krüger? Ich würde gern mal wieder was über Krüger machen. Ha, sagte Silje Hönisch. Wir wissen alle, was du mit Krüger machen möchtest. Etwas über sie? <laughs> Glaube ich nicht. Psst, sagte Grung und drehte den Fernseher noch lauter. Annette Goli hatte gerade die Konferenz eröffnet. Als mickel Telefon klingelte, es wurde ganz still im Besprechungsraum. Nummer unbekannt. Lass es zweimal klingeln. Geh schon ran! Grung stellte den Fernseher auf lautlos und murmelte mickel Wollt etwas vom Lautsprecher zu. Mickel setzte sich gerade hin, räusperte sich und nahm den Anruf an. Ja? mickel Wollt, Aftenposten? In der Leitung knackte und rauschte es. Volt, Aftenposten sagte Micke noch einmal jetzt nervöser. Nichts, nur Kratzgeräusche. Ist da jemand? fragte Erik ungeduldig. Grung und Silje verdrehten die Augen. »Fresse halten, flüsterte Grung ziemlich laut. Sekunden vergingen. Dann ertönte wieder die schnarrende, metallische Stimme Ach, wir sind nicht allein. Sogar Erik schwieg jetzt, er spielte auch nicht mehr mit seinem Gummiball und riss nur die Augen auf. Sie hatten das alles irgendwie nicht ernst genommen, der Täter ruft an. Was sollte das denn? Der Traum aller Journalisten oder auch nicht. Und jetzt fiel alles Volt in den Schoß. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Das hier war echt. Nein, sagte Volt. Sie laufen über Lautsprecher. Oha, was für eine Ehre, sagte die metallische Stimme spöttisch. Aftenposten hört ihren Lesern zu. Das ist ja schön. Dann könnt ihr euch die Verantwortung teilen. Wofür denn?, fragte Mickelwold gepresst. Dazu kommen wir noch, sagte die Stimme. Ich dachte übrigens, du gehst zur Pressekonferenz. Hast du denn keine Fragen? Warum hat das Schwein auf den Boden getropft?, fragte Wolt nervös. Braver Junge, das weißt du also noch, sagte die Stimme. Ich bin gut in meinem Job. Ich stelle keine Fragen, die ich mir selbst beantworten kann, erklärte Wolt. Er schaute zu Grung hinüber. Er schüttelte vehement den Kopf und hielt das für die falsche Antwort. Sie mussten mitspielen, nicht dagegen. Darauf hatten sie sich vorher geeinigt. Am anderen Ende der Verbindung wurde es still. Journalistische Integrität. lachte die Stimme nach einer langen Pause. Ja, sagte Mickel. Das ist aber niedlich sagte die Stimme höhnisch alle wissen doch dass es keine journalistische integrität gibt das glaubt ihr bloß ihr habt doch mitgekriegt dass ihr journalisten im vorigen jahr bei einer umfrage ganz hinten gelandet seid Hä? welchen berufen bringen die leute vertrauen entgegen ihr seid von anwälten werbefuzzis und autohändlern geschlagen worden habt ihr das nicht mitgekriegt die metallische stimme lachte wieder nicht ganz so gekünstelt diesmal Erik Röning schüttelte den Kopf und zeigte auf das Telefon auf dem Tisch. Grung runzelte verärgert die Stirn. Aber deshalb sind wir nicht hier, sagte die Stimme kalt. Warum sind wir dann hier? fragte Mickelvold. Unglaublich, du bist heute ja tüchtig. Bist du ganz allein auf diese Frage gekommen? Spiel dich nicht so auf, sagte Erik plötzlich. Er konnte sich nicht länger zusammennehmen. Woher sollen wir wissen, dass du nicht irgendein redseliger Trottel bist? Grung war jetzt tomatenrot. Er verlor die Beherrschung und trat unter dem Tisch nach Erik. Es wurde eine Weile still, aber die Stimme verschwand nicht. »Gute Frage«, sagte sie trocken. »Mit wem habe ich die Ehre?« »Erik Röning.« »Also wirklich, Erik Röning persönlich, der Gewinner des Scoop-Preises 2011. Meinen Glückwunsch.« »Danke.« sagte Erik. »Was ist das für ein Gefühl, über Obdachlose zu schreiben und dann nach Hause zu fahren und im Whirlpool in Frongnach Chardonnay zu trinken, hä?« Erik wollte etwas sagen, verkniff es sich dann aber. »Aber natürlich, Röning, du hast ganz recht. Woher kannst du wissen, dass ich das bin, was ich zu sein behaupte? Willst du vielleicht ein kleines Spiel spielen?« »Was für ein Spiel?« brachte Erik heraus. »Ich nenne es »In den Nachrichten sein«. »Macht ihr mit?« Niemand wagte etwas zu sagen. Soll ich die Regeln erklären, ehe ihr antwortet? fragte die metallische Stimme. Ihr vermittelt doch Nachrichten. Ich dachte, das könnte auch mal langweilig werden. Warum nicht ausnahmsweise mal die Nachrichten sein? Wäre das nicht ein Kick? Was soll das eigentlich alles? fragte Mickelvold. Ihr sollt entscheiden, sagte die Stimme. Welche lebt und welche stirbt? Die vier am Tisch sahen einander an. Wie meinen Sie das? Die Stimme lachte. <lacht> was glaubt ihr wohl, was ich meine? Ich hab mich noch nicht entschieden. Andrea oder Caroline, ihr könnt entscheiden. Ist das nicht nett von mir, euch zu beteiligen? Das. das kann nicht Ihr Ernst sein, sagte Silja. Ach was, auch Mädels dabei? Wer ist das? Silja Olsen, stotterte Silja. Langsam begann sie den Ernst der Situation zu überreißen. Wie siehst du das Ganze denn, Silje Olsen? fragte die Stimme. Wie soll ich was sehen? Die Stimme lachte wieder. Ihr seid so naiv. Es ist doch so einfach. Es ist viel zu einfach. Ich langweile mich. Das tue ich wirklich. Das ist langweilig. Ich hatte ein wenig mehr Widerstand erwartet. Ach komm schon, Mickel. Hast du das geglaubt? Ja, sagte Mickel nach kurzem Nachdenken. Muss ich denn besser sein als alle anderen? Eine Frau, ein Rentner beobachtet eine Frau. Wie wär's mit einer Transe? Hat da schon mal jemand dran gedacht? Einem Obdachlosen Erik, da kennst du dich doch aus. Was glaubst du, was ein Obdachloser für 2000 Kron alles macht? Eine Kapuzenjacke anziehen und mitten in der Nacht in einer Straße in Skülleruth auftauchen? Er wird sogar hingefahren und abgeholt. Glaubst du das? Würdest du ja sagen, Erik, wenn du obdachlos wärst? Sie sind gar keine Frau. Wollen Sie uns das sagen? fragte Erik kleinlaut. Nicht zu fassen. Ihr seid noch dümmer, als ich dachte, sagte die Stimme kalt. Ich hatte mir wirklich mehr von euch versprochen. Also, das läuft so. Ihr habt eine Minute, um einen Namen zu nennen. Andrea oder Caroline. Die, die ihr aussucht, stirbt heute Abend. Die andere bleibt am Leben. Sie ist in 24 Stunden wieder zu Hause. Wenn ihr keinen Namen nennt, sterben beide. Mir ist es egal. Eine stirbt, eine lebt. Ihr entscheidet. Sind die Regeln klar? Aber sie können doch nicht einfach! Rief Grun. Ich rufe in einer Minute wieder an. Viel Glück. Nein! Stammelte Silje. Tick, tack! Sagte die Stimme und legte auf. Lukas war im Himmel. So kam es ihm jedenfalls vor. Er hatte sich so viele Tage darauf gefreut, auf den dritten Ausflug zu dem Haus im Wald, Lux Domus, Haus des Lichts. Oder wie Pastor Simon es selbst gern nannte, Porta Celi, Himmelspforte. Wie konnte es etwas so Schönes überhaupt geben? Porta Celi, Himmelspforte. Sein Körper war den ganzen Tag wie betäubt gewesen. Und jetzt, wo sie endlich angekommen waren, konnte er kaum stillsitzen und musste sich dazu zwingen, ganz ruhig auf einem Stuhl vor dem Fenster, während der Pastor den Kindern vorlas. Der Pastor selbst hatte von Gott die Botschaft empfangen, dass er dieses Haus bauen sollte, eine neue Arche, diesmal nicht für Tiere, sondern für die Auserwählten, die Eingeweihten, das Haus des Lichts, die Himmelspforte. Beim jüngsten Gericht würden sie aufbrechen, sonst niemand, nur sie, vierzig Auserwählte mehr nicht. Es gab noch andere Archen auf der Welt, das hatte Gott dem Pastor erzählt, aber sie wussten nicht, wo die anderen waren nur dass es sie gab das war genug sie würden die anderen auserwählten im himmel treffen das wäre noch früh genug im himmel wo blaugrünes wasser in frischen flüssen floss und alles aus gold gebaut war auf strahlend weißen wolken die ewigkeit die auserwählten für immer lukas schloss die augen und ließ die stimme des pastors in sich wirken gottes stimme das war sie die Kinder, die waren das Wichtigste, das hatte Gott gesagt, reine Kinder, das war wichtig, Kinder, die geläutert und bereit waren, unverdorben wie im Mutterleib, nicht verschmutzt nach Jahren hier auf Erden, sondern rein, sie mussten geläutert werden, auch wenn dazu Feuer nötig war, die Flammen der Hölle. Der Pastor sprach mit sanfter, ruhiger Stimme, entschieden als Stellvertreter Gottes, außen hart und innen weich. In Lukas Kopf strömte jetzt Wasser, frische, saubere Flüsse durch grüne Wälder, über weiße Felder vor Häusern aus Gold. Meine Kinder, ich werde mich vor euch zeigen, um Menschen aus der Finsternis ins Licht zu führen, sagte der Pastor, ich werde die Wirklichkeit der Hölle offenbaren, damit ihr gerettet werdet und die Wege des Bösen verlassen könnt, ehe es zu spät ist. Eure Seelen werden von mir, dem Herrn Jesus Christus, aus euren Körpern genommen und in die Hölle geschickt werden. Ich werde euch Visionen aus dem Himmel und viele Offenbarungen bringen. Der Pastor verstummte für einen Moment und ließ seinen Blick über die Versammlung schweifen. Er machte das gern so, schaute allen in die Augen. Das war wichtig, damit alle sehen konnten, dass hinter seinen Augen Gottes Augen lagen. Lukas öffnete seine eigenen und lächelte. Sein Haus sollte gleich neben dem des Pastors liegen, das hatte Gott selbst gesagt. Dort waren nicht viele Kinder, nur acht, der Pastor hatte sie selbst ausgesucht, alle acht, fünf Mädchen und drei Jungen, alle fast rein, einige Runden mit der gütigen Stimme des Pastors, dann würden sie bereit sein. Lukas schaute sich um, um die zu entdecken, die etwas Besonderes war Rackel. Die Kinder waren sich sehr ähnlich, und so sollte es auch sein. Vor Gott sind wir alle gleich. Aber schließlich fand er sie, blaue Augen und eine Menge Sommersprossen. Es hatte etwas Ärger mit ihr gegeben. Lukas wußte nicht, warum der Pastor sich wegen dieses kleinen Mädchens so aufgeregt hatte. Was war so besonders an Racke? Wenn sie aus dem Haus des Lichts weglaufen und den Rest ihres Lebens in der Hölle verbringen wollte, bitte sehr. Warum Zeit für sie vergeuden? Es gab doch genug andere in der Gemeinde. Er hatte das natürlich nicht laut gesagt. Der Pastor wusste immer, was er tat. Warum hatte er das überhaupt gedacht? Lukas schüttelte den Kopf über seine eigene Dummheit und schloss wieder die Augen. Die Stimme des Pastors durchströmte ihn aufs Neue. Er kniff die Lippen fest zusammen, wie immer, um nicht aus Versehen aufzustöhnen. Eines Abends, als ich zu Hause beim Gebet saß, kam der Herr Jesus Christus zu Besuch, sagte gerade der Pastor. Ich war seit Tagen im Geiste im Gebet versunken, und plötzlich spürte ich, wie Gott mich erfüllte. Seine Kraft und Herrlichkeit füllten das ganze Haus, ein strahlendes Licht erhellte das Zimmer um mich herum, und mich überkam ein schönes, ein herrliches Gefühl. Das Licht flutete in Wellen, Wellen, die rollten und sich miteinander vereinten und wieder trennten. Es war ein unbeschreiblicher Anblick. Und dann, dann sprach der Herr zu mir. Er sagte, ich bin Jesus Christus, dein Herr, und ich will dir eine Offenbarung geben. Um die Heiligen auf meine Rückkehr vorzubereiten und viele zur Gerechtigkeit zu führen. Die Mächte der Finsternis sind wirklich und meine Urteile sind wahrhaftig. Mein Kind, ich will dich durch meinen Geist in die Hölle führen und ich will dir viele Dinge zeigen, die die Welt erfahren soll. Ich will mich dir viele Male zeigen. Ich will deinen Geist aus deinem Leib nehmen und dich wahrhaftig in die Hölle führen. Lieber Herr, rief ich, was soll ich denn tun? Mein ganzes Wesen wollte zu Jesus rufen vor Dankbarkeit über seine Nähe. Es war die schönste, die friedlichste, freudigste, kräftigste Liebe, die ich je verspürt hatte. Lobpreisungen Gottes strömten aus mir heraus. Ich wollte ihm auf der Stelle mein Leben geben, damit er es nutzen könnte, um andere Menschen von ihren Sünden zu befreien. Ich wusste, durch seinen Geist, dass er wirklich Jesus war, Gottes Sohn, der dort in diesem Zimmer bei mir war. Sehe, mein Kind, sagte Jesus, ich werde dich durch meinen Geist in die Hölle führen, damit du sie beschreiben kannst, um dann die Verlorenen aus der Finsternis und in das Licht von Jesu Christi Evangelium zu führen. Sofort wurde meine Seele aus meinem Körper genommen, dann fuhr ich mit Jesus aus meinem Haus und gen Himmel. Der Pastor erhob sich und forderte die Kinder auf, es ihm nachzutun. Sie stellten sich mitten im Raum im Kreis auf. Der Pastor nickte Lukas auffordernd zu. Lukas sprang auf und nahm zwei Kinder an den Händen. Lasset uns beten, sagte der Pastor und senkte den Kopf. Bald war das ganze Zimmer von Stimmengemurmel erfüllt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Amen. Amen, sagte Lukas noch einmal. Er konnte es nicht lassen. Porta Kelly, die Himmelspforte. Und jetzt waren sie hier. Jetzt mussten sie sich nur noch auf den Tag vorbereiten, der bald kommen würde. Der Pastor öffnete die Tür und ließ alle Kinder hinaus, abgesehen von Rackel. Mit Rackel wollte er immer noch einmal sprechen. Vielleicht war es wie bei dem Lamm, das ich verlaufen hatte. Natürlich war es so. Lukas bekam wieder ein schlechtes Gewissen, weil er an der Entscheidung des Pastors gezweifelt hatte. Ich glaube, Rackel braucht ein bisschen Zeit allein mit Gott und mir, sagte der Pastor und gab Lukas ein Zeichen, das Zimmer zu verlassen. Lukas nickte lächelnd und ging zur Tür. Sorgt dafür, dass wir nicht gestört werden, Lukas, bitte natürlich sagte lukas und machte eine verbeugung er zog vorsichtig die tür hinter sich zu es wurde allmählich dunkel draußen er konnte sterne am himmel sehen er lächelte strahlend und spürte wie die wärme wieder in sein blut strömte dahin waren sie unterwegs zum himmel er konnte es fast nicht erwarten, er freute sich so, ja, es war schwer zu erklären, wie sehr er sich freute, ein konstantes, großes, wunderbar prickelndes Gefühl, das ihn übermannte, von den Haaren in die Fingerspitzen und in die Zehen hinunter, blaugrüne Flüsse und Häuser aus Gold. War das wirklich möglich, dass er ein solches Glück haben könnte? Lukas verschränkte die Hände über der Brust und lächelte von einem Ohr zum anderen, dann sang er einen Choral, den er gerade erst gelernt hatte. Es war zweifellos die längste Minute in Mickelwolds Leben. Und die kürzeste. Die kürzeste und die längste Minute. Die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Und zugleich zerrann sie ihm zwischen den Fingern. Zeit hatte jetzt eine neue Bedeutung. Zeit bedeutete nichts mehr. Die ersten fünf Sekunden lang starrten sie einander nur an. Mikkel sah Silje an, ihr Mund stand offen und ihre Augen waren groß wie Kuchenteller. Silje warf Grung einen verzweifelten Blick zu, als suchte ein junges Mitglied der Herde bei einem der Älteren Trost. Aber bei Grung war kein Trost zu finden. Der sonst so spontane Redakteur starrte abwechselnd das Telefon an, das zwischen ihnen lag, und Mikkel Wold, der jetzt zu Erik Rönning hinübersah. Erik funktionierte nicht mehr. Es gab keine Regung in seinem Gesicht, keinen Ausdruck den Gummiball umklammert, die Kinnlade runtergeklappt, der spöttische Kommentar war ihm nicht mehr über die Lippen gekommen, und wanderte wieder zurück in seinen Kopf. Alle vier erstarrt in totalem Schock. Das waren die ersten fünf Sekunden. Die nächsten fünfzehn waren das genaue Gegenteil. Alle redeten wie auf Kommando wild durcheinander, panisch, weil alle wussten, dass etwas Schreckliches passieren würde. Wortfetzen, wahllos in den Raum geschleudert. Verdammt, wir müssen einer aussuchen! Verflucht! Und wenn das ein Bluff ist? Mir ist schlecht! Aber zum Teufel, wir können doch nicht einfach. Was, wenn wir keiner aussuchen? Vergiss es! Wir müssen doch einer aussuchen. Wir können keiner aussuchen. Das geht nicht. gong Mickel, was sollen wir tun? Wir können keinen Menschen töten. Ich glaube, ich muss kotzen. Mir ist schlecht. Wir können einen Menschen retten. Ewig, Silje, was passiert, wenn wir nichts tun? Beide sterben. Wir können kein kleines Mädchen töten. Lieber Himmel, wir können ein kleines Mädchen retten. Ich fasse es nicht. Was machen wir? Zwanzig Sekunden waren vergangen. Die Wanduhr hatte keinen Sekundenzeiger. Sie stand auf 16 nach 12, aber die Sekunden fehlten. Das war das Einzige, was sie jetzt brauchten. Keine Stunden, keine Minuten, nur Sekunden. Die nächsten zehn brauchten sie, um festzustellen, wie viel Zeit schon vergangen war. Schlagartig breitete sich Panik aus. »Wie viel Zeit ist jetzt vergangen?« Selja war leichenblass. »Wie viel bleibt uns noch?« Grung war aufgestanden und stützte beide Hände auf die Tischplatte. »Hat jemand die Zeit gestoppt?« Mikkel Wolt schaute auf sein Telefon, auf die unbrauchbare Uhr. »Wir können keine Zeit darauf verschwenden, wie viel Zeit vergangen ist.« Erik sprang auf und donnerte die Faust auf den Tisch. Einmal, zweimal. Grung raufte sich die Haare. Wie viel Zeit ist vergangen? Dreißig Sekunden waren vergangen. Jetzt müssen wir denken, entschied Erik. Es bringt nichts hier, hier durcheinander zu brüllen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, rief Mickelwold. Was machen wir? rief Grung und raufte sich wieder die Haare. Jetzt beruhigt euch doch, rief Erik. Vierzig Sekunden waren vergangen. Die letzten 20 waren so lang wie eine ganze Minute. Oder eine Stunde. Oder ein Jahr. Erik sagte zuerst etwas. Wir stimmen ab. Was? Sagt nichts. Wir stimmen jetzt ab. Alle aufzeigen, die meinen, dass wir etwas tun müssen. Erik hob die Hand. Grung hob die Hand. Mickelwold hob die Hand, ohne zu wissen warum, aus purem Reflex. Silje ließ die Hand auf dem Tisch liegen. 49 Sekunden. Drei gegen eine. »Aber«, sagte Silje, doch Erik überging sie. »Jetzt aufzeigen, wer Caroline retten will.« »Meinst du, Andrea töten?« rief Silje verzweifelt. »Aufzeigen«, wiederholte Erik. »53 Sekunden.« »Alle aufzeigen, die meinen, wir sollen Caroline retten«, rief Erik wieder. Er hob die Hand und starrte Grung an. Grung folgte seinem Beispiel und sah verzweifelt zu Silje hinüber. »Nein«, schluchzte Silje. »Nein, nein, nein.« Jetzt waren 57 Sekunden vergangen. Grum und Erik fixierten mit erhobenen Armen Mickel Volt. Ja oder nein, rief Erik. Mickel Volt versuchte den Arm zu heben, aber er gehorchte nicht. Er war so schwer, er hatte noch nie einen so schweren Arm gehabt, oder wollte er ihm nicht gehorchen? Jetzt waren 59 Sekunden vergangen. Na los, brüllte Erik, retten wir Caroline oder retten wir sie nicht? Wir töten Andrea, schluchzte Silje, das können wir nicht. Mickelwold versuchte noch einmal die Hand zu heben, aber sie blieb bleischwer auf seinem Knie liegen. Dann klingelte das Telefon auf dem Tisch. Alle erstarrten. Die Minute war vergangen. Das Telefon klingelte wieder. Mickelwold wusste nicht, was er tun sollte. Schließlich drückte Erik Rönning auf den grünen Hörer. Hallöchen, sagte die metallische Stimme. An dem runden Tisch herrschte Totenstille. So, jetzt bin ich aber gespannt sagte die Stimme. Was habt ihr entschieden? Noch immer brachte niemand ein Wort heraus. Seid ihr noch dran? Fragte die Stimme. Silje sah Grung an, der Erik ansah, der Mikkel Volt ansah, der seine Finger anstarrte. Die metallische Stimme lachte kalt. <lacht> Hat's euch die Sprache verschlagen? Ich brauche jetzt eine Antwort. Die Zeit läuft uns davon. Tick Tack. Erik Gröning räusperte sich. Wer, Andrea? fragte die Stimme eiskalt. Oder Caroline. Welche wollt ihr nach Hause schicken? Ein Mädchen lebt, ein Mädchen stirbt. Ist das so schwer? Beide leben! Schluchzte Silje plötzlich. Wieder lachte die metallische Stimme. <laughs> nein, nein, Frau Olsen. So haben wir nicht gewettet. Eine lebt, eine stirbt. Ihr entscheidet, welche lebt und welche stirbt. Ist das nicht lustig? Kommt ihr euch nicht ein bisschen vor wie Gott, Rönning? Die Sekunden schlichen weiter. Mickelwolfs Gehirn funktionierte nicht mehr. Silje schlang sich die Arme um den Leib. Grung hatte beide Hände erhoben. Erik Rönning öffnete den Mund und brachte kein Wort heraus. Na gut. Sagte die Stimme kalt. Dann eben beide. Schade natürlich, aber wenn ihr es so wollt, dann will ich euch den Spaß nicht verderben. Es war nett, mit euch zu spielen. Nein! rief Silje und griff mit beiden Händen nach dem Telefon, in dem letzten Versuch, ein wenig Vernunft in das eiskalte metallische Wesen zu schütteln. Aber es war zu spät. Die Stimme war bereits verschwunden. Mir, Krüger, saß auf dem Raucherbalkon und sah zu, wie Munk seine Lunge ruinierte. Sie hatten die Besprechung gerade beendet, und Munk war extrem schlecht gelaunt. Das kann einfach nicht sein, sagte er immer wieder und rieb sich die Augen. Niemand aus dem Team hatte in der vergangenen Woche viel geschlafen, aber Munk sah so aus, als sei es bei ihm besonders wenig gewesen. Mia hatte auf den richtigen Augenblick gewartet, um zu sagen, was sie dachte. Ihr grauste ein wenig davor, sie war sich nicht sicher, es war nur ein Gefühl, ein Gefühl, das im Laufe dieses Tages immer stärker geworden war. Das kann einfach nicht sein, murmelte Munk wieder und steckte sich an der letzten Kippe eine neue Zigarette an. Woran denkst du eigentlich? fragte Mia und zog eine Pastille aus der Jackentasche. Was meinst du? fragte Munk und sah sie an. Er nahm erst jetzt wahr, wer ihn angesprochen hatte, und sein Blick wurde sanfter. Alles, sagte er und rieb sich wieder die Augen. Jemand muss sie doch gesehen haben. Zwei, sechs Jahre alte Mädchen verschwinden doch nicht einfach so. Die Belohnung hat auch nichts gebracht? Nix. 500.000? Da sollte man doch denken, dass irgendwer mit irgendwas rausrückt. Gehen Sie auf eine Million rauf? Munk nickte. Wird morgen bekannt gegeben. Dann können wir nur hoffen. Darauf, dass nicht alle Idioten im ganzen Land die Leitungen blockieren, sagte Mia. Dieses Risiko müssen wir eben eingehen, seufzte Munk und zog ausgiebig an seiner Zigarette. Hast du Benjamin Backe erreicht? Mia nickte. Wir treffen uns um halb fünf unten beim Theater. Er hat nur eine halbe Stunde Zeit, tritt offenbar in Carius und Bactus auf und hat gleichzeitig Proben für Hamlet. Willst du mitkommen? Munk schüttelte den Kopf. Nein, mach du das. Wohnt er noch in der Wohnung seiner Urgroßmutter? Werden ihre Rechnungen dahin geschickt? Naja, du weißt schon. No problem, sagte Mia. Verdammte Kiste, sagte Munk. Irgendwer muss doch etwas gesehen haben, wie jemand aus einem Auto steigt, in eine Hütte geht oder rauskommt, in einen Keller. Die Mädchen müssen doch etwas essen, jemand, der besonders viel gekauft hat, irgend sowas. Munk starrte die Glut an seiner Zigarette an. Wenn das alles gut geplant ist, müssen wir Glück haben, das weißt du, sagte Mia leise. Und das hier wirkt verdammt gut geplant, seufzte Munk. Ja, leider. Mia nickte. Und möglicherweise seit vielen Jahren. »Wir wissen, was das bedeutet«, sagte Munk. »Die Mädchen überleben nicht, wenn wir sie nicht bald finden.« Mia schaute schweigend auf die Straße hinunter. Gelegentlich beneidete sie die Leute da unten. Normale Menschen, die ihren Kiosk betrieben oder für ihre Kinder Schuhe kauften, die sich nicht solchen Problemen stellen mussten. Sie nahm noch eine Pastille und fasste sich ein Herz. »Ich muss dir etwas sagen«, begann sie. »Spuck's aus«, sagte Munk. Mia überlegte einen Augenblick und suchte nach den richtigen Worten. Ich glaube, du hast damit zu tun. Wie meinst du das damit zu tun? Ich glaube, du hast mit der Planung zu tun. Wovon redest du da zum Teufel, Mia? Sie wurden von einem nervösen Gabriel Mörk unterbrochen, der den Kopf zur Balkontür herausstreckte. Entschuldigt die Störung, aber was willst du? fauchte Munk. Es ist nur äh, mir, ich habe sie gefunden, also die Info, nach der du vorhin gefragt hast. Was soll ich jetzt damit machen? Reich alle Namen an Kim und Ludwig weiter und sag ihnen, sie sollen alles mit dem Fall aus Hönnefuss vergleichen. Ich habe das Gefühl, dass wir da fündig werden könnten. Wird gemacht, sagte der Grünschnabel und zog die Tür rasch zu, ohne Munk eines Blickes zu würdigen. Was zum Teufel soll das heißen, dass ich mit der Planung zu tun habe? fragte Munk. Ich glaube das eben, sagte Mia, dass es um dich geht. Um mich? Mia nickte. Abermals wurde sie unterbrochen von einer überaus eifrigen Annette Goli. Du musst kommen, sagte sie zu Munk. Wir haben etwas gefunden. Eben hat ein Anwalt angerufen. Sie schaut auf den Klebezettel, den sie in der Hand hielt. Livold, er ist von Aftenposten. Die hatten Kontakt zum Täter. Verdammt sagte Munk und drückte seine Zigarette aus. Wann? Offenbar mehrmals, vor einigen Tagen und dann heute Mittag. Und dann melden die sich erst jetzt? tobte Munk. Verdammte Idioten! Sie haben sich offenbar erst mit einem Anwalt beraten. Verfluchtes Pack! Wo stecken die? Im Post-Giro-Gebäude. Sie warten auf uns. Unten steht schon eine Streife. Munk wandte sich an Mia. Kommst du mit? Mia schüttelte den Kopf. Ich muss zu Benjamin Backe. Ach ja, klar. Er sah sie mit einem seltsamen Blick an. Wir reden später weiter, so schnell wie möglich. »Ich begreife wirklich nicht, wovon du redest.« »Wir treffen uns nachher im Justizen«, sagte Mia. »Schön«, sagte Munk und verließ mit Annette das Büro. Benjamin Backe saß auf der Treppe vor dem Nationaltheater. Er wirkte nervös, schaute abwechselnd auf die Uhr und auf sein Telefon, steckte sich eine Zigarette an, trommelte mit den Fingern auf seinem Oberschenkel, warf einen Blick über die Schulter, als ob er Angst hätte, dass ihn jemand entdecken könnte nicht der beste Ort, wenn man nicht gesehen werden will, dachte mir, und blieb hinter dem Ibsen Denkmal stehen, um ihn zu beobachten. Sie hatte ihn schon irgendwo gesehen, aber sie konnte sich nicht sofort erinnern, wo. Nicht in einer Klatschzeitung, die las sie nicht, natürlich nicht. Nicht einmal beim Zahnarzt mochte sie ein solches Blatt aufschlagen. Nicht, dass sie einen besonderen Widerwillen dagegen hätte, aber was die schrieben, interessierte sie ganz einfach nicht. Als sie damals mitten im Sturm gestanden hatte, hatte sie einige Anfragen von der Boulevardpresse erhalten, hatte aber abgelehnt. Mia Krügers wahre Geschichte. So ungefähr hatte der Journalist sich ausgedrückt, der sie angerufen hatte. Waren das überhaupt Journalisten? Wie war das eigentlich? War man Journalist, wenn man über anderer Leute Titten schrieb und darüber, wo Promis ihre Osterferien verbringen? Dafür musste es doch Regeln geben. Egal. Sie hatte die Anrufer höflich abgewiesen, obwohl sie ihr eine schöne Reise ans Mittelmeer für dich und deinen Freund. Du hast doch sicher einen Freund? angeboten hatten. Mia lachte und biss in den Apfel, den sie am Kiosk oben in der Straße gekauft hatte. Mittelmeer. Du meine Güte. fiel denen wirklich nichts Besseres ein? Das sollte als Köder funktionieren? Dafür sollte sie ihr Privatleben breittreten lassen für eine Reise ans Mittelmeer? Benjamin Backe hatte die Zigarette im Mund und kniff ein Auge zu, während er auf seinem Telefon herumtastete. Er steckte das Telefon in die Tasche, drehte die Zigarette zwischen den Fingern, dann zog er das Telefon wieder hervor. Und plötzlich fiel es ihr ein. Mord am Strand. Daher kannte sie ihn. Sie hatte ihn in dem Film gesehen. Er spielte einen Ermittler. Er sollte also einen von ihnen darstellen, vielleicht Kim oder Curry. Er hatte sich in seiner Rolle nicht sehr wohl gefühlt, fand Mia. Sie biss noch einmal in den Apfel, warf das Kerngehäuse in einen Mülleimer und ging Richtung Treppe. Benjamin Backe stand auf, als er sie sah, und kam mit strahlendem Lächeln auf sie zu. Hallo Mia, wie nett, sagte er und schüttelte ihr mit festem Griff die Hand. Hallo, erwiderte Mia leicht überrascht, weil er sich wie ein alter Bekannter benahm. Vielleicht machte man das so in seinen Kreisen. Wir vom Fernsehen und von der Zeitung sitzen in einem Boot. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Absolut nicht Mias Art, aber sie ließ sich nichts anmerken. Ich habe für uns im Theatercafé einen Tisch bestellt. Ist dir das recht? fragte Benjamin und drückte seine Zigarette aus. Tja, sagte Mia lächelnd, ich glaube nicht, dass es lange dauert. Mir zuliebe sagte Benjamin Augenzwinkernd und stupste ihren Arm an. Ich muss was essen. Ach, den ganzen Morgen proben. Eben eine Kindervorstellung und dann heute Abend noch mal proben. Ja dann. Mia nickte. Ich bin satt, aber ich kann dir beim Essen zusehen. <laughs> Klingt super, sagte Benjamin lächelnd und bedeutete ihr, die Straße zu überqueren. Selbstverständlich kannte Benjamin Backe den Namen der Serviererin im Theatercafé und plauderte mit ihr auf dem Weg zu dem reservierten Tisch am Fenster, er stellte sogar Mia vor. Der Serviererin war es offenbar peinlich, mir die Hand geben und ihren Namen nennen zu müssen, und wieder musste Mia innerlich grinsen, Vornamen überall. Natürlich eine Herrschertechnik, aber sie wusste nicht recht, ob Benjamin Backe klug genug war, um das zu durchschauen. Vielleicht war das einfach so in seinem Metier. Alles war persönlich, freundlich. Wir kennen uns doch, wir sind ein Team. Nimm mich für die Rolle, das ist mein Beruf. Er flirtete wirklich gern. Mir hoffte, Susanne wäre nicht so dumm, sich mit diesem Typen einzulassen, dass sie nicht seinetwegen so geweint hatte. Nein, so war es wohl nicht. Susanne hatte eher eine Vorliebe für etwas ältere Männer, die sie umsorgen konnten. Und dennoch. Mia war ziemlich sicher, dass Benjamin Backe den starken, fürsorglichen spielen könnte, wenn das sein müsste. Jetzt war er in der Rolle, ja, wie sollte sie das nennen, des jugendlichen Naiven? Ja, es hatte mich schon überrascht, dass du angerufen hast, das muss ich sagen, sagte Benjamin, als er bestellt hatte. Ähm, worum geht es denn überhaupt? Mia unterdrückte wieder ein Grinsen. In dem Film, den sie gesehen hatte, hatte er fast dasselbe gesagt. Das ist reine Routine, sagte Mia und trank einen Schluck Wasser. Na dann schieß los, forderte Backe sie auf. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und zwinkerte ihr zu. Er war wirklich gut im Flirten. Sie beschloss, bei ihrer nächsten Begegnung Susanne zu raten, einen großen Bogen um ihn zu machen. Es geht um deine Urgroßmutter, Veronika Backe. Ach? fragte Benjamin und hob die Augenbrauen. Sie ist doch deine Urgroßmutter, nicht wahr? Veronika Backe, hans gorte 20, vor zwei Jahren gestorben? Ja, das stimmt, sagte Benjamin. Hat sie bis zu ihrem Tod dort gelebt? Nein, nein, sagte Benjamin. Sie war viele Jahre im Heim. Im Pflegeheim Höwigwei? Ja, stimmt. Worum geht es hier eigentlich? Wer hat in der hans gorte 20 gewohnt? Das ist meine Wohnung. Ich wohne seit sieben Jahren da. Seit deine Urgroßmutter ins Heim gezogen ist? Ja. Hast du die Wohnung geerbt? Ist sie auf deinen Namen eingetragen? Nein, sie gehört offiziell meinem Vater. Was ist denn passiert? Warum willst du das alles wissen, Mia? Wieder das mit dem Vornamen. Ach, sie hatte fast Lust, persönlich zu werden und zu sagen, was ihr so durch den Kopf ging. Das war wirklich eine gute Taktik, die musste sie sich merken. Wie gesagt, nur Routine, sagte Mia und trank noch einen Schluck Wasser. Hm, was spielst du denn gerade? Was? Oh, äh, Hamlet, sagte Benjamin Backe. Genauer gesagt, wir proben. Ich spiele gerade in einer Kindervorstellung, aber ich arbeite auch an einem ungeheuer spannenden Projekt. Eine neue norwegische Dramatikerin, erst 22, hochbegabt. Wir haben uns zu mehreren zusammengetan, um ihr zu helfen. Ein bisschen pro bono, wenn du verstehst, was ich meine. Brutal, Untergrund direkt von der Straße. Ich verstehe, mir nickte. Wohin ging Ihre Post? Wessen Post, Veronika Backes? Ach, äh, ihre Post. Äh, wieso denn? Ich meine, ging die Post ins Heim oder zu dir in die Wohnung? Benjamin Backe wirkte verwirrt. Äh, die meiste ging ins Heim. W welche Post meinst du denn? Einiges kam zu mir, aber ich habe sie dann ans Heim umadressiert oder mitgenommen, wenn ich sie besucht habe. Von welcher Post redest du denn? Mia zog einen Zettel aus ihrer Jackentasche und schob ihn über die weiße Tischdecke. War das Ihre Mobilnummer? Benjamin sah den Zettel an und wirkte noch verwirrter. Jetzt begreife ich wirklich nicht, was du meinst. Diese Nummer, war das Ihre? Meine Urgroßmutter hatte gar kein Mobiltelefon, sagte Benjamin. Sie hat die Dinger gehasst. Und was hätte sie damit schon machen sollen? Alle da oben haben doch einen eigenen Festanschluss. Mir nahm den Zettel wieder und steckte ihn in die Tasche. Danke sagte sie und erhob sich. Mehr wollte ich nicht wissen. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. War das alles? fragte Benjamin Backe und wirkte ein bisschen enttäuscht. Ja, nein, noch etwas, sagte Mia und setzte sich wieder. Wer hat deine Urgroßmutter beerbt? Mein Vater, sagte Benjamin. Es war nie die Rede von. naja, wie soll ich sagen, sie hat nicht einen Teil irgendeiner Gemeinde vermacht? Benjamin Backe schwieg, steckte einen Zahnstocher in den Mund und schaute aus dem Fenster. Muss ich diese Frage beantworten? fragte er endlich. Das musst du natürlich nicht, sagte Mia und legte ihre Hand auf die Seine. Es ist nur so, dass ich gerade an einem großen Fall arbeite und ihr Name taucht darin auf, und ja, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, Benjamin, aber sie beugte sich zu ihm vor. Wir stehen so kurz vor dem Durchbruch in diesem Fall, und wenn du mir helfen kannst, kann ich ihn vielleicht noch heute Abend knacken. Ein großer Fall? Benjamin beugte sich jetzt ebenfalls vor und flüsterte. Mia nickte und legte den Finger an die Lippen. Benjamin nickte, setzte sich wieder gerade und spielte den Unbeeindruckten. Das bleibt doch unter uns, sagte er und warf einen Blick über die Schulter. Aber sicher doch, flüsterte Mia. Benjamin räusperte sich. <laughs> naja, mein Vater ist ein überaus stolzer Mann, und, und wenn das hier rauskommt, ja. Das bleibt zwischen dir und mir, sagte Mia und zwinkerte ihm zu. Wir sind ein Vergleich eingegangen, sagte Benjamin rasch. Was für ein Vergleich. Sie hatte unmittelbar vor ihrem Tod ihr Testament geändert. Wie viel sollte an die Gemeinde gehen? Alles, brachte Benjamin heraus. Aber das konntet ihr verhindern? Er nickte. Mein Vater hat die Gemeinde aufgesucht, hat mit Klage gedroht, hat eine Summe vorgeschlagen und. und das wurde akzeptiert. Wie groß war die Summe? Groß genug, murmelte Benjamin. Mir musterte den jungen Schauspieler. Er wirkte aufrichtig und unschuldig, aber er war eben auch ein Schauspieler. Er hatte Zugang zu Veronika Backes Telefon gehabt, und hatte er nicht gesagt, dass er gerade Hamlet probte? Who is there? Sie spielte für einen Moment mit dem Gedanken, ihn zur Vernehmung mit aufs Präsidium zu nehmen, aber sie beschloss, dass es sinnvoller war, ihn überwachen zu lassen. Dann würden sie rasch wissen, ob Benjamin Backe der war, als der er sich ausgab. Tausend Dank, sagte Mia und nahm noch einmal seine Hand. Du warst mir eine große Hilfe. Sie erhob sich und schloss den Reißverschluss ihrer Lederjacke. Äh, das war alles, und du willst wirklich nichts essen? Nein, danke. Bis dann, Benjamin. Ja, bis dann, Mia, bis dann. Mia setzte ihre Mütze auf und verließ das Theatercafé. Vielleicht war sie wirklich kurz vor einem Durchbruch. Tobias Iversen machte sich so klein er konnte, als er auf den Kamm der kleinen Anhöhe zukroch. Von dort hatte er den Hof im Wald gut im Blick. Er hatte das Zelt hinter Bäumen aufgestellt, damit ihn niemand sehen konnte, und dort übernachtet. Eigentlich hatte er nach Hause gewollt, aber nachdem er das Mädchen in dem grauen Kleid getroffen hatte, mußte er einfach dort bleiben. Rackel, so hieß sie. Sie hatte ihm einen Zettel geschrieben, hatte ihn um Hilfe gebeten. Da war es wichtiger, im Wald zu sein, als in das düstere Haus zurückzukehren, wo niemand lächelte. Tobias war erst dreizehn, fühlte sich aber viel älter, war schon lange viel älter, hatte Dinge erlebt, die nicht für Kinder in seinem Alter bestimmt waren aber das spielte jetzt keine Rolle hier draußen war er sein eigener Herr Tobias rutschte bis an den Rand vor und hob das Fernglas an die Augen unten auf dem Hofplatz war alles still er wußte nicht genau wie viel uhr es war aber es mußte noch früh sein es war noch nicht ganz hell er konnte jetzt alles viel deutlicher sehen was er am vorabend nur erahnt hatte sie hatten verschiedene bauprojekte am laufen das war klar überall lag material herum Unterschiedlich große Bretter, Säcke, die vielleicht Zement enthielten, denn es gab einen Betonmischer, einen kleinen Traktor und einen kleinen Bagger. Insgesamt standen da unten sieben Häuser, alle weiß. Es gab ein Haupthaus, eine kleine Kirche mit einem Kreuz auf dem Turm und zwei Glashäuser, sicher Treibhäuser, und dann noch drei kleinere Häuser und einen Schuppen. Tobias hatte schon am Vorabend an dieser Stelle gelegen, bis es zu dunkel gewesen war, um durch das Fernglas zu schauen. Er hatte sich eine kleine Skizze von der Umgebung gemacht, wo die Häuser lagen, wo das Feld war, wo es Sandhaufen gab, wo die größten Bretterstapel lagen und wo das Tor war. Der hohe Zaun, durch den sie die Zettel geschoben hatten, umgab das gesamte Gelände, und soviel er sehen konnte, gab es nur einen Eingang, das Tor. Er konnte nicht erkennen, ob das abgeschlossen war oder nicht, aber es war zu, das sah er. Er hatte am Vorabend gesehen, wie ein Mann es geöffnet hatte, in der Abenddämmerung war ein Auto gekommen, ein großes schwarzes Auto, vielleicht ein Land Rover oder ein Honda CRV. Tobias kannte sich mit Autos ein bisschen aus, es interessierte ihn nicht so wahnsinnig, Mopeds und Motorräder waren ihm lieber, vor allem solche mit Crossreifen, die durch das Gelände fahren konnten, aber einiges wusste er doch. Im Wagen hatten zwei Personen gesessen, und sie waren empfangen worden wie Könige oder wie der Regierungschef oder so jemand ein junger Mann mit kurzen blonden Haaren, der ein Diener oder ein Wächter oder so etwas war, denn er war zuerst aus dem Wagen gesprungen und hatte dann für den anderen die Tür geöffnet, einen älteren Mann mit einer weißen Mähne und einer Art Stock, fast wie Gandalf in Herr der Ringe. Unten auf dem Hof waren alle aus den Häusern gekommen, hatten sich vor den Neuankömmlingen verneigt, und einige hatten vortreten und dem Mann mit der weißen Haarpracht die Hand geben dürfen, und dann waren alle in das große Haus mit dem Kreuz auf dem Turm gegangen, danach war es dunkel geworden, und er hatte nicht mehr viel sehen können. In den Fenstern der Häuser hatte Licht gebrannt, aber davor war eine Art Schicht, es war kein Glas, eher wie, ja, Glas, durch das man nicht sehen konnte. Tobias wusste nicht, wie das hieß, danach hatte er seine Brote gegessen und sich auf dem Gaskocher im Zelt eine Suppe warm gemacht. Er war ungeheuer vorsichtig gewesen. Er wusste, dass man im Zelt eigentlich keine Gaskocher benutzen durfte. Aber er wollte draußen kein Licht machen, denn dann hätte er entdeckt werden können. Außerdem hatte er im Fernsehen gesehen, dass einer der Polfahrer das so gemacht hatte, Bürger Ausland, der hatte im Zelt den Gaskocher angezündet, weil es draußen zu kalt war. Oder da waren Eisbären oder so. Also war es jedenfalls möglich. Zuerst hatte er nicht schlafen können. Er hatte so sehr an das Mädchen gedacht. Rackel. Sie sah anders aus als die Mädchen in seiner Klasse. Es war jetzt nicht so einfach, ein Mädchen zu sein, das hatte Emilie gesagt, seine norwegisch Lehrerin. Sie hatten einmal in der Klasse darüber gesprochen, weil einige Mädchen zu wenig Kleidung angehabt hatten. Emilie hatte eine ganze Stunde nicht über norwegisch oder Bücher gesprochen, sondern nur über solche Dinge, dass die Mädchen sich zu sehr schminkten und den nackten Bauch zeigten und zu kurze Röcke trugen. Emilia hatte gesagt, sie müssten doch daran denken, dass sie erst 13 waren, aber sie konnte sie auch verstehen, weil die Mädchen, die sie im Fernsehen bewunderten, eben oft nur eine winzige Hose und einen BH- und Netzstrümpfe trugen, wenn sie sangen. Danach hatten sie Regeln aufgestellt, was erlaubt war und was nicht. Und dann war es etwas besser geworden, aber sie waren noch immer ganz anders angezogen als Rackel. Hilf mir bitte. Sie hatte ängstlich ausgesehen. Echt? Nicht so wie dann, wenn er und sein Bruder Indianer spielten und Büffel fangen wollten. Die Büffel gab es nicht und sie waren auch keine echten Indianer. Aber das hier war echt. Er war Tobias und sie war Rackel. Und sie hatte wirklich Angst und er war hier, um ihr zu helfen. Tobias Iversen schob einen Zweig in den Mund und kaute darauf herum, während er das Fernglas bewegte, um zu sehen, ob er am Vorabend auf seiner Skizze etwas vergessen hatte. Tobias richtete das Fernglas auf das Tor. Und stellte es so scharf ein wie möglich. Die Tür war aus demselben Material wie der Zaun. Stahldraht, oder wie das hieß. Es war ein großes Schiebetor, das sich nach innen öffnete. Es sah aus, als sitze in der Mitte eine Kette, und vermutlich gab es auch ein Schloss. Tobias legte das Fernglas ins Heidekraut und zog seinen Proviant aus der Jackentasche. Er hatte noch zwei Brote, die hatte er am Vorabend aufbewahrt: eins mit Ziegenkäse und eins mit Salami. Er aß das Käsebrot und trank ein wenig aus seiner Wasserflasche, die er auf dem Weg nach oben am Bach gefüllt hatte. Er musste jetzt einen Plan machen, das war wichtig. Zuerst musste er sich einen Überblick über die Umgebung verschaffen. Auch das hatte er einmal in einem Film gesehen. Da hatte jemand eine Bank überfallen wollen. Nein, ein Casino in Las Vegas. Sie hatten viele Karten und Pläne gehabt und viele Treffen, bei denen alles diskutiert wurde. Eine Karte hatte er. Jetzt brauchte er nur noch einen Plan. Tobias wollte gerade in das Salamibrot beißen, als unten auf dem Hof plötzlich etwas passierte. Tobias griff nach dem Fernglas. Eine Tür wurde aufgerissen und jemand kam herausgerannt. Ein Mädchen in einem grauen Kleid. Sein Herz tat einen Sprung. Es war Rackel. Sie rannte so schnell sie konnte auf den Zaun zu, auf die Stelle, wo sie am Vortag miteinander gesprochen hatten. Sie rannte, stolperte über ihr Kleid, fiel hin und kam wieder auf die Beine, hob den Rock, um schneller rennen zu können, aber es gelang ihr irgendwie nicht. Hinter ihr stürzten vier Männer, nein, fünf Männer aus der Tür, die ihr nachsetzten. Tobias spürte, wie sein Herz hämmerte. Er konnte das Fernglas nicht mehr ruhig halten. Rackel warf einen Blick über die Schulter und stürzte wieder. Die Männer holten auf. Er konnte sehen, dass sie mit den Armen fuchtelten und irgendwas riefen. Rackel näherte sich dem Zaun. Und plötzlich hatte sie ihn erreicht. Sie sprang hoch und fing an zu klettern. Aber das war nicht so einfach, wie es aussah. Die Löcher im Zaun waren klein und das schwere Kleid machte die Sache nicht besser. Die Männer näherten sich im Sturmschritt und plötzlich war einer bei ihr und packte ihren Fuß. Sie zogen sie nach unten, sie trat um sich und schrie und sie schleppten sie zurück zum Haus. Dann war alles wieder still. Tobias merkte plötzlich, dass ihm eiskalt war. Nicht von der kühlen Luft, sondern unter seiner Haut. Seine Gedanken rasten und er keuchte, obwohl er ganz still gelegen hatte. Um alles in der Welt. Was war da unten eigentlich los? Er sprang auf. Er hatte keine Zeit, einen Plan zu machen und auch keine zum Packen. Er rannte zum Zelt zurück, steckte sein Messer und seine Karte ein und schlich sich den Hang hinab zum Hof. Mia saß im Justissen und hatte Lust auf ein Bier, bat aber dann doch um ein Wasser. Einige Minuten später kam Holger und ließ sich atemlos ihr gegenüber in den Sessel fallen. Was ist los? fragte Mia. Der Täter hat sich vor einigen Tagen bei Aftenposten gemeldet, hat einen Journalisten namens Mickel Volt angerufen, verzerrte Stimme, hat denen was über Caroline erzählt. Warum haben Sie uns nicht verständigt? Ach, weil Sie egoistische Idioten sind, denen es nur darum geht, Zeitungen zu verkaufen. Munk war sichtlich verärgert. Und was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht recht, murmelte er. Der Anwalt hat darauf gepocht, dass Sie alles richtig gemacht haben und dass wir Ihnen nichts vorwerfen können. Wir müssen sie doch zur Vernehmung holen dürfen, verdammt noch mal! Fragte Mia. Mickelson will es sich überlegen, aber er meint, die Vernehmung, die ich bereits durchgeführt habe, müsse reichen. Ist das möglich? Scheiß Politiker! Fauchte Munk. Denen geht es doch nur um sich und ihre Karriere. Er bestellte sich ein Krabbenbrot und eine Cola und zog die Jacke aus. Was hast du bisher? Eine mündliche Zusammenfassung. Die Schriftliche schicken Sie morgen. Was Brauchbares? Nichts, das uns weiterhilft. Nein sagte Munk und schüttelte resigniert den Kopf. Was hat Backe gesagt? Volltreffer, sagte Mir. Wie meinst du das? Ich glaube, du bist in die Sache verwickelt. Munk sah sie neugierig an. Das hast du ja vorhin schon gesagt, aber. aber was soll das eigentlich heißen? Munks Bestellung wurde serviert, und er trank einen großen Schluck Cola. Das. das ist schwer zu erklären. Es ist, wie gesagt, nur so ein Gefühl, sagte Mir. Versuche es doch mal, sagte Munk. Na gut, sagte Mia. Der Mörder gibt uns Hinweise auf Hönnefuss und das Baby, das dort verschwunden ist. Wer hat den Fall damals geleitet? Ich, sagte Munk. Richtig. Hamlet, sagte Mia. Worum geht es in dem Stück? Wahre Liebe? fragte Munk. Das ist Romeo und Julia. Ach komm schon, Holger. Hamlet. Du bist ja diejenige, die Literaturwissenschaften studiert hat, Mia. Drei Vorlesungen in zwei Semestern und kein Examen. Das kannst du ja wohl nicht studieren nennen. Murmelte mir. Naja, ich kenne mich mit Shakespeare nicht so aus, seufzte Munk. <laughs> Macht nichts. Rache. Bei Hamlet geht es um Rache. Natürlich auch noch um andere Dinge, aber vor allem um Rache. Okay. Das Baby verschwindet. Ich trage die Verantwortung. Der Schwede hängt sich auf. Wir stellen die Ermittlungen ein. Das Baby bleibt verschwunden. Ist vermutlich tot. Der Mörder erzählt uns, dass es nicht der Schwede war. Ricke J.W nicht der Schwede war, und er verweist auf Hamlet. Dass es ein Racheakt ist? So ungefähr. Und weiter? Okay, bis hierhin kann ich dir folgen. Das Baby ist verschwunden, gut. Meine Verantwortung, gut. Hamlet, Rache, gut. Aber warum zehn Mädchen umbringen? Was hat das mit mir zu tun? Es klingt doch ziemlich an den Haaren herbeigezogen, Mia. Mia trank einen Schluck Wasser und überlegte. Benjamin Backe's Urgroßmutter. Veronika Backe? Was ist mit ihr? »Sie hat im selben Pflegeheim gewohnt wie deine Mutter. Was sagst du dazu?« Holger riss die Augen auf. »Wirklich? Woher weißt du das?« »Das habe ich heute erfahren. Ludwig überprüft alle Angestellten und alle Bewohner, alle Namen, die mit dem Pflegeheim zu tun haben, und vergleicht sie mit den Hönnefuss-Unterlagen. Ich glaube nicht, dass Benjamin Backe unser Mann ist, aber es ist nun einmal so, dass Veronika Backes angebliches Telefon für die Mitteilungen benutzt worden ist. Von jemandem im Heim? Oder werden wir an der Nase herumgeführt?« also ich muss zugeben, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe Ludwig gebeten, nachzusehen, ob er auch da was finden kann. Mhm. Und? Noch nichts. Und ja, das Pflegeheim ist nicht die einzige Verbindung zwischen deiner Mutter und Veronika Backe. Das heißt? Die Gemeinde. War Backe da auch Mitglied? Nicht nur das. Sie wollte dieser Gemeinde ihr gesamtes Erbe vermachen. Was? Verstehst du jetzt? Verstehst du, was ich meine? Gute Arbeit, mehr murmelte Munk. »Gut gemacht.« Er versuchte, das, was Mia gesagt hatte, gedanklich zu sortieren. »Ich frage mich nur, warum«, fuhr mir fort. »Ich weiß auch nicht, aber das alles kann doch kein Zufall sein, findest du nicht? Gibt es hier einen gemeinsamen Nennermunk?« »Die Gemeinde«, sagte Munk ratlos. »Genau. Ich verstehe das ja auch nicht. Und ich glaube, wir sollen regelrecht in die Irre laufen, aber es gibt nur Sackgassen. Ich weiß, es klingt blöd, aber das ist gute Arbeit, vom Täter meine ich.« ich hätte es genauso gemacht. Munk sah sie fragend an. Äh, du weißt, was ich meine. Wenn ich auf der anderen Seite wäre, überall Symbole, Änderung der Vorgehensweise, wir tappen im Dunkeln und werden hin und her geschickt. So spielt man doch Tennis, oder? Äh, Tennis? Wer beim Tennis aufschlägt, ist immer im Vorteil. Solange du die ganze Zeit deinen Gegner derart in die Enge treibst, dass er den Ball nicht zurückschlagen kann, bestimmst du, wo es lang geht. Wenn du keinen Fehler machst, gewinnst du. Der Mörder schlägt also auf? Hm. Ich weiß nicht, ob ich den Vergleich so ganz raffe, seufzte Munk. Tennis und Mord? Ach, du verstehst das schon, du Dummkopf. Du willst mir nur nicht recht geben. Du willst alle Ideen selbst haben. Tja, so bin ich eben. Munk blinzelte, aß den Rest von seinem Krabbenbrot und wischte sich mit der Serviette etwas Mayonnaise aus dem Bart. Muss einer rauchen? Ich muss auch bald damit anfangen, entschied mir. Es ist verdammt öde, immer hinter deinem Nikotinbedürfnis herrennen zu müssen. Tut mir leid, sagte Munk, ohne das zu meinen, und ging vor ihr hinaus auf den Hinterhof. Ich weiß, dass ich nur ins Blaue rede und mich vortaste, sagte Mia, als sie unter dem Heizpilz saßen, aber verdammt, irgendwas müssen wir doch tun. Wir können uns ja einfach ein paar Bälle zuspielen, sagte Munk und zwinkerte. Ach, halt die Fresse, sagte Mia grinsend. Na gut, von mir aus keine Sportvergleiche mehr, aber du verstehst, was ich meine. Also Tennis. Richtig, Tennis ist ein Positionsspiel, und das hier ist auch irgendwie ein Positionsspiel. Siehst du, dass ich ein bisschen recht hatte? Munk gab sich feuer. Hm, doch irgendwie schon. Wie überfällt man eine Bank, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Man springt ein Haus auf der anderen Straßenseite in die Luft. Ich weiß. Saftste mir. Tut mir leid. Munk rieb sich die Augen. War eine lange Woche. Ich war heute so verdammt wütend. Die Leute sollen gefälligst die Verantwortung für das übernehmen, was sie tun. Also, wie machen wir jetzt weiter? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Mit der Gemeinde? Das liegt doch auf der Hand. Du und ich morgen früh? Unbedingt. Ist Gabriel im Büro? Glaube schon. Schick ihm eine SMS. Sag ihm, er soll sich diese Bande mal genauer ansehen, damit wir etwas in der Hand haben, wenn wir da auftauchen. Ich weiß nicht mehr, wie die sich nennen, aber sie sitzen im Burgerütwei, oben in Böhler. Okay sagte Mia und zog ihr Telefon heraus. Äh, du übrigens, sagte Munk und steckte sich mit der alten eine neue Zigarette an. Was hast du vorhin gesagt? Tennis? Ja. Wenn du aufschlägst, dann gewinnst du. Wenn du keinen Fehler machst. Sie schwiegen und sahen einander an. Das ist doch eine gute Idee, nicht wahr? fragte Munk. Doch, schon, sagte Mia und nickte. Druck zurückzugeben, sagte Munk. Mal sehen, ob mir was einfällt, sagte Mir. Tu das. Jetzt sehe ich mir mal an, wer diese verdammten Irren sind, die mein Geld wollen. Munk erhob sich. Gehst du schon? Marion ist heute Abend bei mir. Die Hochzeit, weißt du, ist noch so viel zu erledigen. Natürlich. Mir nickte. Grüß Miriam von mir. Werd ich. Munk drückte seine Zigarette aus und ging. Mir hatte schon wieder Lust auf ein Bier, schaffte es aber noch ein Mineralwasser zu bestellen. Sie packte ihren Stift und ihre Blätter aus und verteilte sie auf dem Tisch, wie sie das immer machte, wenn sie Ordnung in ihre Gedanken bringen wollte. Früher hatte sie alles so klar gesehen, viel schneller, in ihren besten Momenten hatte sie einfach die Augen schließen können, und alles war in ihrem Kopf abgelaufen, aber so war es schon lange nicht mehr. Die Geschehnisse am Trywan, die Monate auf Hitra. Es war, als ob sich ein Schleier vor ihre Netzhaut gezogen hätte, ihre Gehirnzellen in einer Art Nebel tauchte, Ihr war gesagt worden, sie brauche Ruhe, müsse sich lange und ausgiebig ausruhen, sich unter keinerlei Druck setzen. Sie dagegen hatte sich betäubt, fast zu Tode. Und jetzt musste sie den Preis dafür bezahlen. Sie fing an, Notizen auf ihren Blättern zu machen, versuchte dem Stift die Arbeit zu überlassen, eine Art System in den Wahnsinn zu bringen. Das Denken tat förmlich weh. Zwei Mädchen waren tot, zwei Mädchen waren verschwunden, und sie hatte die Verantwortung. Munk. Es hatte unbedingt etwas mit Munk zu tun, da war sie sich sicher. War sie das wirklich? Das, was ihr einige Jahre zuvor so leicht gefallen war, wirkte plötzlich unmöglich. Sie hätte die Insel nicht verlassen dürfen, sie hätte sich an ihren Plan halten müssen. Komm mir. Komm. Wieder schrieb sie die Namen oben auf das Blatt. Pauline, Johanne, Caroline, Andrea, sechs Jahre alt, wären im Herbst in die Schule gekommen, Markus 10 14 lasse die Kindlein zu mir kommen ich reise allein springseil an den bäumen wald saubere kleidung schulbücher shakespeare hamlet schultaschen schulbücher jetzt kam es langsam J. W., hennefuss das kleine mädchen wurde niemals gefunden ich reise allein komm pauline komm komm johanne komm komm Caroline, komm komm andrea komm mir schreckte auf als plötzlich die serviererin vor ihr stand verdammt Sie war schon so weit gewesen auf dem Weg dahin, wo sie sein sollte, wo sie so lange nicht mehr gewesen war. Kann ich Ihnen noch etwas bringen? Ja, ein Bier bitte, murmelte Mia gereizt. Und ein Ratzeputz, zwei Ratzeputz. Sie brauchte Hilfe, um dorthin zurückzugelangen, wo sie sein musste. Mia Krüger war betrunken. Sie konnte nicht schlafen, sie hatte zu viel getrunken. Sie hatte zu wenig getrunken. Das Hotelzimmer kam ihr kälter und unpersönlicher vor als sonst. Die saubere Bettwäsche, die eine Freundin gewesen war, war zur Feindin geworden. Sie hatte dieses Zimmer haben wollen, weil es sie an nichts erinnerte, aber nun sehnte sie sich nach zu Hause, nach einem Zuhause, etwas vertrautem, etwas gewohntem, etwas sicherem, etwas das auf sie aufpassen konnte. Vielleicht hatte Mickelson ja recht. Vielleicht brauchte sie einen Psychologen. Vielleicht brauchte sie einen Klinikaufenthalt. Sie war lange nah am Abgrund balanciert, hatte sich ein wenig gefangen, war wieder optimistischer gewesen, hatte sich stark gefühlt, aber nun ging die Spirale wieder nach unten. Ihr Körper wirbelte durch das große Bett. Sie musste sich festhalten. Sie durfte nicht trinken. Natürlich durfte sie nicht trinken. Eigentlich durfte niemand trinken. Sie war doch auf dem Weg gewesen oder nicht. Auf dem Weg dahin, wo sie sonst auch war, hinter diese ganze Äußerlichkeit, ihre Spezialität, Dinge zu sehen, die andere nicht sahen. Setz dich nicht unter Druck, fahr irgendwo hin, versteck dich auf einer Insel, blende die Welt aus. Du hast deinen Teil getan. Aber nein, die Wirklichkeit musste anklopfen, die Bosheit musste sie einfach stören, Autos, wo Möwen gewesen waren, Straßenlaternen und Neon hatten den Platz der Sterne eingenommen. Sie war jetzt empfindlich, ihre Haut fast durchsichtig, und dabei war sie immer so stark gewesen. Ach, sie durfte nicht trinken, sie durfte absolut nicht trinken, niemand durfte trinken. Mia lief barfuß durch das Zimmer und fand ihre Hose auf einem Stuhl, die Tabletten lagen noch immer in der Tasche. Sie ging mit einer zurück zum Fenster und schluckte sie mit einem Schluck Wasser, dann schaute sie auf die Ampeln hinunter, bis sie nicht mehr sehen konnte, woher die Farben kamen, sie taumelte zurück ins kalte Bett und legte den Kopf auf das Kissen. Als das Telefon klingelte, war sie gerade eingeschlafen. Sie gab sich alle Mühe, es zu ignorieren, so zu tun, als sei nichts passiert. Das Telefon hörte aufzuklingeln. Niemand wollte sie erreichen. Das Telefon klingelte wieder. Das Telefon hörte aufzuklingen, ihr Körper lag bleischwer auf den weißen Laken. Als das Telefon zum dritten Mal klingelte, ging sie widerwillig hin. Mia, am anderen Ende der Verbindung war Munk. Wie spät ist es? murmelte Mia. Fünf, sagte Munk. Was ist los? Sie haben die Mädchen gefunden. Was? Ich hole dich vor dem Hotel ab. Kannst du in zehn Minuten soweit sein? Wir müssen sehr weit fahren. Verdammt, hörte Mia ihre eigene Stimme. Bin gleich weit. Tobias Iverson lag hinter einem Baum und wartete auf die Dunkelheit. Er hatte seit dem letzten Brot am Morgen nichts mehr gegessen und hatte Hunger. Aber er konnte jetzt nicht nach Hause gehen. Er hatte Wichtigeres zu tun. Er hatte es zuerst am Tor versuchen wollen, aber das hatte sich als unmöglich erwiesen. Es war mit einer Kette verschlossen und viel zu gut einsehbar. Einige Male war jemand aus der Kirche gekommen und zum Treibhaus hinübergegangen. Sonst hatte Tobias niemanden gesehen. Der Hof sah verlassen aus, fast wie ein Friedhof. Der Wind fuhr in die Baumkronen über ihm. Tobias zog die Jacke fester um sich und nahm wieder das Fernglas. Vielleicht sollte er doch nach Hause gehen, die Polizei informieren. Er hatte doch gesehen, wie sie Rackel eingefangen hatten. Das war sicher nicht erlaubt, oder? Oder vielleicht doch? Sie hatten sie ja nicht verletzt, sie hatten sie nur über den Hofplatz getragen. Ein ungezogenes Kind, das nicht hören wollte. Brauchte die Polizei in solchen Fällen ein Durchsuchungsbefehl? In Hollywood-Krimis war das so. Tobias wusste nicht so genau, wie das in Norwegen war, aber vielleicht war es auch hier so. Er kam sich plötzlich nicht mehr so mutig vor. Es hatte als Spiel angefangen, er hatte ja nur mal nachsehen wollen, eine kleine Expedition machen wollen, er hatte nicht im Traum daran gedacht, dass jemand seine Hilfe brauchen würde. Er dachte an seinen kleinen Bruder, der jetzt sicher wieder zu Hause war und sich fragte, wo Tobias steckte, an die Mutter und den Stiefvater, die nicht wussten, was sie dem Kleinen sagen sollten, Ihm gefiel die Vorstellung nicht, dass der kleine Bruder ohne ihn zu Hause war. Er spielte mit dem Gedanken, nach Hause zu gehen. Er kannte dieses Mädchen ja gar nicht. Vielleicht war sie ja auch nur ungezogen gewesen. Vielleicht war sie wie Elin, die im vorigen Jahr in seine Klasse gegangen und ins Büro des Rektors eingebrochen war und Geld gestohlen und in der Pause einen Lehrer in die Hand gebissen hatte, weil er sie beim Rauchen auf dem Schulhof erwischt hatte. Auch Elin hatte sehr lieb gewirkt. Zu ihm war sie das jedenfalls gewesen. Aber sie war von der Schule gewiesen worden und niemand hatte sie seitdem gesehen. Es konnte doch auch hier so sein. Vielleicht stellte er sich alles schlimmer vor, als es war. Seine Mutter sagte das oft, er dürfe nicht so viel fantasieren. Das sei nicht gut, sich in Träumen verlieren. Das sei nicht gut. Es wurde jetzt kälter. Es sollte zwar Frühling sein, aber so richtig war es das gar nicht. Jedenfalls nicht abends. Er bereute nicht, alle seine Sachen mitgenommen zu haben. Zelt und Schlafsack und Rucksack waren noch immer oben auf der Anhöhe, wo er übernachtet hatte. Er hatte auch die Taschenlampe nicht mitgebracht. Wo hast du deinen Kopf? fragte seine Mutter oft. Ist da überhaupt was drin? Er schämte sich jetzt ein bisschen. Er war ja so dumm gewesen. Bald würde es zu dunkel sein, um seine Sachen holen zu gehen, zu dunkel, um den Weg zurück durch den Wald zu finden. Wenn er jetzt ginge, würde er es noch schaffen, zumindest seine Sachen zu holen. Den Weg nach Hause würde er dann immer noch finden, wenn er die Taschenlampe hätte. Es war sicher besser so. Seine Sachen holen und machen, dass er nach Hause kam. Zu seinem kleinen Bruder. Tobias stand auf und spähte aus seinem Versteck. Als eine Tür aufging und drin etwas passierte, er hob das Fernglas an die Augen und blieb ganz still stehen. Zwei Männer kamen aus dem Haus. Sie hatten eine dritte Gestalt in ihre Mitte genommen. Rackel. Sie war es. Sie hatte etwas auf dem Kopf. Sie hatten ihr eine Kapuze über den Kopf gestülpt. Die beiden Männer hielten sie an den Armen und zogen sie weiter verschwanden hinter der kirche tauchten weiter hinten wieder auf tobias spürte wie sein herz hämmerte er traute seinen augen kaum es war wie in einem film sie hatten sie gefangen hatten ihr die hände vor dem bauch gefesselt und ihr eine kapuze übergestülpt die männer gingen weiter in die richtung in der er sich versteckt hatte vorbei am traktor und dem kleinen schuppen über das feld und was machten sie jetzt tobias nahm seinen mut zusammen und rückte noch näher an den zaun die männer waren stehen geblieben der eine bückte sich, Tobias konnte nicht sehen, was er tat. Dann war sie plötzlich nicht mehr da, nur die beiden Männer waren zu sehen auf dem Weg zurück zum Haus. Tobias handelte sofort. Er hatte ja warten wollen, bis es dunkel wäre, aber jetzt hatte er keine Zeit zu verlieren. Er schlich sich bis zum Zaun und fing an zu klettern. Es war doch verboten, anderen so etwas anzutun. Man durfte nicht gemein sein, egal was sie getan hatte. Erwachsene durften so etwas nicht tun. Er war wütend. Er packte den Maschendraht, schob die Finger hindurch, konnte mit den Schuhspitzen Halt finden, und ehe er sich's versah, war er schon über den hohen Zaun geklettert. Auf dem Hofplatz war wieder alles still. Der Boden unter seinen Füßen war kalt und feucht. Wo mochte sie sein? Sie hatten sie mitten auf den Hofplatz gezerrt, aber dann war sie verschwunden. Tobias hätte sich fürchten müssen, aber das tat er nicht mehr. Er war wütend auf alle Erwachsenen, die ihre Kinder misshandelten. Kinder mussten frei sein, spielen dürfen, sich sicher fühlen, nicht mit gesenktem Kopf in der Küche stehen. Es tat weh zu hören, dass man dumm sei. Es tat weh, an den Armen festgehalten zu werden. Es tat weh, nicht widersprechen zu dürfen, wenn man nicht wusste, ob der kleine Bruder das da nicht ausbaden müsste. Tobias schlich geduckt über den Hofplatz. Der eine Mann hatte sich rund hundert Meter von hier entfernt gebückt. Dann war Rackel verschwunden. Warum bekamen erwachsene Kinder, wenn sie die nicht gut behandelten? Emilie hatte ihn eines Tages nach der Norwegestunde gefragt, wieso er Flecken am Hals habe wieso seine arme blau sein mir kannst du das sagen hatte sie gesagt sie war sehr lieb gewesen hatte seine schulter gestreichelt mir kannst du es sagen dir passiert doch nichts aber er hatte nichts gesagt das sagt nicht an ihr sie wollte ihm ja nur helfen aber was wusste sie denn schon darüber wie es war würde sie da sein wenn er nach hause kam nein und dann würde alles nur schlimmer werden alles würde schlimmer werden. Oh ja, er wusste genau, wie es werden würde. Er musste einfach durchhalten, es ertragen, dafür sorgen, dass sein kleiner Bruder nicht auch so behandelt wurde, zusammengestaucht. Ist da drin überhaupt irgendwas? Bist du denn total blöd im Kopf? Tobias machte sich so klein wie möglich in dem nassen Gras. Seine Knie wurden feucht, aber das konnte er ertragen. Er war hart im Nehmen. Er musste einfach nur die Klappe halten. Nicht widersprechen, nein. Das machte alles nur noch schlimmer. Nicken, den Kopf senken, Ja sagen. Er hatte keine Angst. Er hatte jetzt keine Angst mehr. Sie hatten ihr eine Kapuze über den Kopf gezogen. Es war verboten. Erwachsene durften Kinder so etwas nicht antun. Er kroch vorsichtig weiter, legte Pausen ein, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war, ob sich eine Tür öffnete, ob er entdeckt wurde. In nur fünf Jahren würde er 18 werden. Dann konnte man sich eine eigene Wohnung suchen, vielleicht Arbeit finden, vielleicht auch den kleinen Bruder mitnehmen, auch wenn der erst zwölf war. Ist zu Hause alles in Ordnung, Tobias? Kannst du deiner Mutter sagen, dass sie zum Elternsprechtag kommen muss? Ich möchte gern mit ihr reden. Sie war schon lange nicht mehr beim Elternsprechtag. Es ist schon wichtig, dass sie kommt. Kannst du ihr das sagen? Hast du dich an der Hand verletzt? Was ist mit deinem Ohr passiert? Kann ich dir irgendwie helfen, Tobias? Du kannst Vertrauen zu mir haben. Das weißt du doch. Tobias hatte jetzt die Stelle erreicht, an der Rackel verschwunden war. Die Kirche ragte hoch in den Himmel, bohrte ihren Turm in Mond und Wolken. Fast wie in einem altmodischen Horrorfilm. Frankenstein oder Dracula oder so. Er hätte sich eigentlich fürchten müssen, aber das tat er nicht. Er hatte ihre Augen unter der weißen Haube gesehen. Die Männer waren erwachsen, aber sie war ein Kind. Man durfte nicht gemein sein zu einem Kind. Tobias bereute es wieder, dass er die Taschenlampe nicht mitgenommen hatte. Der Mond gab ein wenig Licht, aber immer nur für wenige Sekunden. Er war nicht dumm, sie konnte nicht einfach verschwinden, hier musste irgendwo ein Loch im Boden sein, eine Luke, irgendetwas. Welcher Erwachsener steckt ein Kind in ein Loch im Boden? Tobias bückte sich, befühlte den Erdboden. Plötzlich wurde in der Kirche Licht gemacht. Tobias reagierte instinktiv, ließ sich auf den Bauch fallen und presste sich in das nasse Gras. Er nahm den Geruch von Erde und Gräsern wahr, er blieb eine Weile so liegen, aber niemand kam aus der Kirche. Er fasste sich ein Herz und erhob sich auf die Knie, das Licht hinter den Fenstern verbesserte die Sicht. Eine Luke im Boden, das suchte er, niemand verschwindet einfach nur so. Und es dauerte nicht lange, bis er sie gefunden hatte. Sie war frisch und neu, helle Bretter waren zusammengefasst, etwa einen Quadratmeter groß, eine kleine Luke mitten im Boden, Sie war mit einem Hängeschloss abgesperrt. Es war ein kleines Schloss, golden wie das, mit dem der Sportlehrer den Schrank verschloss, damit niemand unerlaubt einen Fußball herausholte. Er schaute sich noch einmal um. Niemand zu sehen. Jetzt drangen Stimmen aus der Kirche. Gesang. Jemand in der Kirche sang. Sie waren also mit anderen Dingen beschäftigt. Singen. Zu Gott oder wer immer das sein mochte. Sie wussten nicht, dass er hier draußen war. Dass hier jemand war, der Rackel helfen wollte, und das Hängeschloss aufstochern, sie befreien. Tobias lächelte bei dem Gedanken. Der Sportlehrer hatte nie begriffen, warum seine Fußbälle verschwanden, wusste nicht, wie leicht man ein Vorhängeschloss aufstochern kann. Tobias hatte es oft gemacht. Fast alle Jungen in seiner Klasse konnten Vorhängeschlösser aufstochern. Das war noch leichter als bei einem Test zu pfuschen. Sie hatten im Werkunterricht Dietriche hergestellt, wenn der Lehrer zum Rauchen rausgegangen war. Man brauchte nur ein Stück Metall. So eine Nagelfeile, wie die Mädchen sie hatten, war ein guter Ausgangspunkt. Man brauchte nur die Spitze mit einer Metallschere abzuschneiden und sie so zurechtzufallen, dass sie am Rand ganz dünn wurde. Es war natürlich ein Trick dabei. Jemand mußte es einem beibringen, aber wenn man ihn begriffen hatte, war es einfach. Tobias nahm seine Schlüssel aus der Jackentasche und zog den Dietrich heraus. Hielt das Schloss so, dass die Öffnung nach rechts zeigte, schob den Dietrich hinein, drückte die Spitze nach links, bis er merkte, dass er drinnen auf Metall stieß. Dann das Schloss zu sich herziehen, drücken und stramm nach rechts drehen. Das Schloss sprang mit einem leisen Klicken auf. Er hob die schwere Luke hoch. Eine lange Leiter führte in eine Art Höhle hinunter. Er beugte sich hinunter und flüsterte in die Finsternis Hallo Racke, bist du da? Munk wartete vor dem Hotel, als Mia herauskam. Sie setzte sich in den schwarzen Audi und hoffte, ihr Körper würde endlich wieder aufwachen. Die Tablette wirkte noch immer, machte sie träge und verschlafen. Munk schien auch nicht viel geschlafen zu haben. Er trug dieselbe Kleidung wie am Vorabend, braune Kortjacke mit Lederflicken auf den Ellbogen und ein Hemd mit Flecken. Er hatte Tränensäcke unter den Augen und tiefe Furchen in der Stirn. Mia tat er plötzlich ein wenig leid. Eigentlich brauchte er jemanden, eine Frau in seinem Leben, eine, die sich um ihn kümmerte, so wie er sich immer um alle kümmerte. Wie sieht's aus? fragte Mir. Fort Isegran. Wo ist das? Fredrikstad. Mir stutzte. Die beiden anderen Mädchen waren beide in der Nähe von Oslo gefunden worden im Wald. Der Täter hatte abermals seine Vorgehensweise geändert. Wer hat sie gefunden? Zwei Abiturienten. Munk seufzte. Das Gelände ist wohl gesperrt, aber sie hatten sich trotzdem reingeschlichen, um Gott weiß was zu treiben, was weiß ich denn. Wen haben wir da unten? Die lokale Polizei. Curry und Annette sind schon unterwegs, sie müssen bald dort sein. Mia sah auf die Uhr am Armaturenbrett. 5.15 Uhr. Draußen war es noch immer dunkel. Und was haben wir bisher? Beide Mädchen lagen auf dem Boden, mit einem Pfahl zwischen sich. Was für ein Pfahl? Ein Pfahl aus Holz. Mit einem Schweinekopf obendrauf. Wie meinst du das? Ist der Schweinekopf echt? Munk nickte. Ja, wie ich es gesagt habe. Die Mädchen lagen im Gras und dazwischen stand ein Holzpfahl mit einem Schweinekopf. Großer Gott, seufzte Mia. Was soll das wohl bedeuten? Munk schaltete die Heizung ein und fuhr in den Ausfahrtunnel beim Rothuisplatz. Schwer zu sagen, meinte Mia. Die Wärme im Auto machte sie schläfrig. Sie sehnte sich nach ihrem Morgenkaffee, wollte Munk aber nicht um eine Pause bitten. Das muss doch etwas bedeuten. »Der Herr der Fliegen«, sagte Mia leise. »Was?« »Das kommt aus einem Buch. Der Herr der Fliegen. Kinder stranden auf einer einsamen Insel, ganz ohne Erwachsene. Sie glauben, dass dort ein Monster haust. Sie stecken als Opfergabe einen Schweinekopf auf einem Pfahl.« »Nein«, seufzte Munk, »wir sind das Monster. Meinst du das so?« »Kann schon sein.« »Da drin liegt eine Tüte Fisherman's Friend«, sagte Munk und zeigte auf das Handschuhfach. »Und?« »Du brauchst eins.« sagte Munk und fuhr auf den zwei Mia spürte einen Stich der Irritation. Sie öffnete das Handschuhfach und die Tüte mit den Pastellen, nahm zwei und steckte die restlichen in die Tasche ihrer Lederjacke. »Warum zum Teufel Friedrichstadt?« murmelte Munk. »Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und dann so offen.« »Wir sind zu langsam,« sagte Mia und griff nach ihrem Telefon. »Wie meinst du das?« »Der Täter will zeigen, dass wir nicht gut genug arbeiten.« »Nein, das darf nicht wahr sein.« sagte Munk. Mia fand die Nummer von Gabriel Mörk. Gabriel hier? Hallo, hier ist Mia. Bist du im Büro? Ja, bestätigte Gabriel. Kannst du mal nachsehen, was du über Fort Isegran in Fredrikstadt findest? Jetzt? Ja, Munk und ich sind unterwegs dahin. Sie haben die Mädchen gefunden. Ja, das habe ich gehört. Es wurde still am anderen Ende. Mia konnte hören, wie Gabriel auf seiner Tastatur herumklapperte. Kannst du etwas finden? Was suche ich denn? Alles. Hm, mal sehen sagte er und unterdrückte ein Gähnen. Fort Isegran, Festung auf einer kleinen Insel bei Friedrichstadt, teilt den Auslauf der Glommer in zwei Arme, erbaut Ende des 13. Jahrhunderts vom Jahr von Burgsüssel, falls jemand weiß, was das bedeutet, aus Stein und Holz errichtet, 1287 von irgendeinem König zerstört, neue Festung im 17. Jahrhundert angelegt. Peter Wessel Todenscholl benutzte sie als Stützpunkt während des großen Nordischen Krieges, ja, was immer das nun wieder sein mag. Der Name Isegran bedeutet, ja, da streiten sich offenbar die Gelehrten, aber es könnte vom französischen Île Grand herstammen, die große Insel. Hilft dir das irgendwie weiter? Eigentlich nicht, sagte Mia. Steht da sonst noch was? Von heute? Wozu wird sie heute genutzt? Ähm, Moment mal. Mia ließ das Telefon auf ihrer Schulter ruhen und nahm noch ein Fischermens. Noch immer spürte sie den Schnapsgeschmack ganz hinten in ihrer Mundhöhle. Viel mehr finde ich jetzt nicht. Hochzeitsbilder aus der Festung Isegran, ein Ausflug für Rentner. Mehr nicht? Nein, doch, doch, warte, hier ist was. Es wurde wieder still. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, aber 2013 soll da draußen ein Denkmal enthüllt werden. Nicht im Fort, sondern auf der Uferpromenade gegenüber. Was für ein Denkmal? Es heißt Munks Mütter, eine Bronzestatue von Mutter und Tante von Edward Munk. Natürlich, murmelte mir. Kannst du damit etwas anfangen? Und wie, Gabriel? Vielen Dank. Sie wollte schon auflegen, aber Gabriel hielt sie davon ab. Ist Munk bei dir? Ja. Wie ist die Stimmung? Geht so warum? Kann ich mal mit ihm reden? Okay. Mir reichte Munk das Telefon. Ja, Munk? Munks Mütter. Also hatte sie doch recht gehabt. Ja, alles klar, sagte Munk ins Telefon. Aber mach dir keinen Stress, wie gesagt, es ist persönlich, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Was? Ja, sowas kann ein Verrückt machen, ich weiß. Was? Ja, von einer Freundin per Internet. Sie nennt sich Margrete null acht, aber kein Stress. Ja, ja, schon klar. Wir reden später weiter. Munk schmunzelte und gab mir das Telefon zurück. Was war das? Nichts Besonderes, nur Privatkram. Er ist gut, sagte Mir. Wer? Gabriel? Ja, auf jeden Fall. Ich mag ihn. Gut, dass wir diesmal Glück gehabt haben. Mir öffnete das Fenster einen Spalt breit. Hast du etwas in Erfahrung gebracht über Fort Isegran? Allerdings, Mia nickte. Sie erzählte, was Gabriel gerade gesagt hatte. Verdammt, murmelte Munk. Es geht also um mich. Es ist meine Schuld, dass diese Mädchen sterben. Munk kniff die Augen zusammen und schlug mit der Hand aufs Lenkrad. Wir wissen es noch nicht sicher, sagte Mia. Sind wir bald da? Anderthalb Stunden noch, sagte Munk. Ich glaube, ich schlafe ein bisschen, sagte Mia. Gute Idee. Munk nickte. Schlaf eine Runde für mich mit. Die Sonne ging auf, als sie die polizeiliche Absperrung erreichten. Munk zeigte seinen Dienstausweis und sie wurden weitergewinkt von einem jungen Polizisten mit zerzausten Haaren, der völlig übernächtigt aussah. Sie hielten vor einem kleinen roten Haus, Kaffeegaleien und wurden von Curry empfangen, der sie an der alten Steinmauer entlang führte. Mir konnte auf der anderen Seite die Uferpromenade sehen, wo das Denkmal aufgestellt werden sollte. Edward, Munks Mutter und Tante, Laura, Kathrine Munk und Karen Björnstad. Mia wusste viel über Munk, die meisten in Osgodstrand wussten das Meister. Sie waren an dem kleinen Ort immer stolz darauf gewesen, dass Munk sich so oft dort aufgehalten hatte. Sogar die feinen Damen, die damals voller Abscheu auf den unsittlichen Künstler mit ihren Sonnenschirmen gezeigt hatten. Ist das nicht typisch? dachte Mia, als sie das weiße Plastikzelt sah, das die Kriminaltechniker aufgestellt hatten. Damals haben sie ihn gehasst aber das haben wir vergessen. Ob das in Norwegen wohl allen großen Künstlern so ging? Mussten sie sterben, ehe sie gebührend geehrt wurden? Sie merkte, dass das nicht ihre eigenen Gedanken waren, sondern die ihrer Mutter. In ihrem Elternhaus waren Kunst und Literatur immer sehr wichtig gewesen. Oft hatte Mia am Küchentisch gesessen und zugehört, wie ihre Mutter erzählte, manchmal war das wie eine Schulstunde gewesen. Sigrid und sie als Schülerinnen, jede mit einer Schale Haferbrei und mit Mutter Eva als eifriger Lehrerin. Curry wirkte überraschend fit und redete auf dem Weg zum Zelt ununterbrochen. Der erfahrene Polizist konnte auf den ersten Blick kalt und hart wirken, mit seinem kahlen Schädel und dem untersetzten Körper, aber mir wusste es besser. Curry war ungeheuer kompetent und hatte ein großes Herz, auch wenn er wie eine Bulldogge aussah und sich auch oft genug so verhielt. Zwei Abiturienten, ein Paar, von der Gesamtschule Glemmen. Sie waren ziemlich fertig und wir haben sie nach Hause geschickt. Sie haben nichts damit zu tun? fragte Munk. Nein, nein, Sie konnten kein vernünftiges Wort herausbringen. Hab in meinem ganzen Leben noch keine dermaßen nüchternen Leute von einer Abiturfeier kommen sehen. Ich glaube, der Anblick hat mit einem Schlag allen Alkohol aus Ihren Körpern vertrieben. Irgendwelche Hinweise oder Beobachtungen aus der Nachbarschaft? fragte Mia. Noch nicht, sagte Curry. Die Kollegen aus Friedrichstadt drehen jetzt die Runde. Aber ich glaube nicht, dass sie fündig werden. Warum nicht? fragte Mia. Meinst du das ernst? Curry grinste müde. Das ist hier nicht gerade ein Amateur. Sie erreichten das Zelt, als ein älterer Mann in einem weißen Schutzanzug herauskam. Mia schaute überrascht in das bekannte Gesicht. Sie hatte in mehreren Fällen mit dem Kriminalpathologen Ernst Hugo Wick zusammengearbeitet, hatte aber gedacht, er sei schon längst in Pension gegangen. Munk, Mia! Wick nickte ihnen zu, als er sie sah. Hallo, Ernst, sagte Monk, Haben die dich extra den weiten Weg aus Oslo herkommen lassen? Nein, seufzte Vick. Ich hatte mich auf der Hütte verkrochen, um ein bisschen meine Ruhe zu haben, aber das hat wohl nichts geholfen. Was hast du bisher? fragte Mia. Vick streifte seine weiße Plastikhaube ab und zog die Handschuhe aus. Er steckte sich eine Zigarette an und trat sich die Erdreste von den Stiefeln. Sie liegen hier noch nicht lange. Ich schätze mal höchstens sechs Stunden, ehe sie gefunden wurden. Und der Todeszeitpunkt? Derselbe, sagte Wick und seufzte noch einmal. Sie wurden hier umgebracht? Kann sein, meinte Wick, aber ich kann das erst sicher sagen, wenn wir sie auf dem Tisch liegen haben. Was ist das eigentlich, Monk? Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. So strikt. Wie meinst du das? fragte Mia. Na ja, sagte Wick und zog an seiner Zigarette. Was soll ich sagen, für einen Ritualmord ist das sehr sauber. Die Mädchen sind zurechtgemacht und gewaschen worden, fein gemacht, Schultaschen, und dann dieser Schweinekopf. Nein, verdammt, ich habe keine Ahnung. Seht sie euch selbst mal an, ich brauche jetzt erstmal eine Verschnaufpause. Der alte Mann steckte die Handschuhe in die Tasche und stapfte zum Parkplatz. Munk und mir streiften die weißen Schutzanzüge über, die für sie bereitgelegt worden waren, und betraten das Zelt. Caroline Mückler, lag mit auf der Brust gefalteten Händen auf dem Boden. Sie trug ein gelbes Puppenkleid. Ihre Schultasche lag neben ihren Beinen. Andrea Ling lag nur wenige Meter weiter. Auch sie hatte die Hände über der Brust gefaltet und die Schultasche stand neben ihren weißen Schuhen. Beide Mädchen trugen das gleiche Schild um den Hals wie Pauline und Johanna. Ich reise allein. Irgendwie eine religiöse Szene mit dem grotesken Schweinekopf in der Mitte. Mia Krüger zog die Handschuhe an und beugte sich über Andrea. Sie hob die kleine weiße Hand und sah sich die Fingernägel an. Drei, sagte sie und nickte. Sie legte die Hand vorsichtig wieder ins Gras und ging zu Caroline. Vier. In diesem Moment klingelte Munks Telefon. Er schaute auf das Display, nahm den Anruf aber nicht an. Das Telefon klingelte noch einmal. Verflucht, sagte er und drückte wieder auf den roten Knopf. Mia nickte zu den Mädchen hinüber und richtete sich wieder auf. Tut mir leid, sagte Munk, als das Telefon zum dritten Mal klingelte. Er drückte noch einmal auf den roten Knopf, und sofort klingelte Mias Telefon. Sie sah auf dem Display den Namen Gabriel Mörk. Gabriel? fragte Munk leise. Mia nickte und drückte das Gespräch weg. Hat er dich auch angerufen? Munk nickte, und Mias Telefon klingelte erneut. Sie ging aus dem Zelt, um den Anruf anzunehmen. Ach, das muss jetzt aber extrem wichtig sein, fauchte sie. Gabriel klang aufgeregt, atemlos. Ich muss mit Mung reden, keuchte er. Der hat zu tun, was ist los? Ich habe die Mitteilung dechiffriert, stotterte Gabriel. Was für eine Mitteilung? Er, er hat eine Mail bekommen, eine Aufgabe, eine, eine kodierte Meldung, null 08. Ich habe sie gelöst. Grunsfeldchiffre, ich habe sie dekodiert. Hat das keine Zeit? fragte Mia gereizt. Nein, kein bisschen! Der junge Hacker brüllte ihr jetzt fast ins Ohr. Du musst es ihm sagen, sofort! Was soll ich denn sagen? Wie lautet die Mitteilung? Gabriel schwieg einen Moment, als traute er sich nicht, seine Entdeckung auszusprechen. Gabriel! fragte Mia ungeduldig. Tick-Tack, die kleine Marion gleich fünf. Was? Tick-Tack, die kleine Marion gleich fünf. Verdammt! rief Mia und stürzte ins Zelt, um Holger Munk zu holen. Teil 4 Miriam Munk saß hinten im Audi ihres Vaters und versuchte einigermaßen klar zu denken. Sie hatte ihre Mütze tief in die Stirn gezogen und eine große Sonnenbrille aufgesetzt, auf Befehl ihres Vaters. Marion lag neben ihr auf dem Sitz, zusammengerollt unter einer Decke, die das kleine Mädchen vollständig verbarg. Miriam hatte nicht viel begriffen, als ihr Vater sie vor wenigen Tagen geweckt und ihr befohlen hatte, alle Türen abzuschließen, niemandem aufzumachen, Marion nicht in den Kindergarten zu schicken. Was soll das heißen, sie nicht in den Kindergarten schicken? Verflucht nochmal, Miriam, tu, was ich dir sage. Natürlich war sie auch schon auf den Gedanken gekommen. Miriam Munk war nicht dumm, im Gegenteil. Miriam Munk hatte immer zu den intelligentesten Mädchen in ihrer Klasse gehört. Schon als kleines Kind war ihr alles, womit andere sich abmühten, ungeheuer leicht gefallen. Die Flüsse in Asien, die Hauptstädte in Südamerika, Bruchrechnung, Algebra, Englisch, Norwegisch. Sie hatte früh gelernt, nicht zu verraten, was sie alles begriffen hatte, nicht in jedem Test die Beste zu sein, nicht zu oft aufzuzeigen. Sie besaß schließlich auch soziale Intelligenz. Sie wollte Freunde haben, sie wollte nicht als Streberin gelten. Natürlich war sie auf den Gedanken gekommen. Schließlich würde Marion im Herbst eingeschult werden und wo ihr Vater doch die Ermittlungen leitete. Sie war nicht dumm, aber sie war auch stark geblieben. Sie würde sich verdammt noch mal keine Angst einjagen lassen, sie würde sich ihr Leben verdammt noch mal nicht von einem Verrückten ruinieren lassen. Natürlich hatte sie Maßnahmen getroffen. Wer hätte das nicht getan? Sie brachte Marion selbst hin und holte sie selbst ab. Sie hatte Marion schon den Besuch von zwei Geburtstagsfesten verboten, zur großen Verzweiflung der Kleinen. Sie hatte selbst um eine Besprechung im Kindergarten gebeten, mit den Angestellten und allen Eltern, deren Töchter im Herbst in die Schule kamen. Einige Eltern hatten sich freigenommen, weil sie nicht wagten, ihr Kind in den Kindergarten zu schicken, einige meinten, der Kindergarten solle so lange geschlossen werden, wieder andere wollten bei ihren Kindern bleiben, aber Miriam hatte die besorgten und erhitzten Gemüter beruhigen können, hatte erklärt, sie müssten so normal wie möglich leben, nicht zuletzt aus Rücksicht auf ihre Töchter. Aber in ihrem Hinterkopf hatte immer eine gemeine kleine Stimme geflüstert, vielleicht bist gerade du gefährdet, du musst dich besonders fürchten. Und jetzt war es soweit. Miriam steckte die Decke fester um ihre tiefschlafende Tochter. Draußen war es dunkel, und der schwarze Audi glitt ruhig durch die fast menschenleeren Straßen. Miriam Munk hatte keine Angst, aber sie machte sich große Sorgen. Und sie hatte alles so satt, und sie war frustriert und irritiert und wütend. Ist da hinten alles in Ordnung? Mia Krüger drehte sich um und sah sie an. Sie hatten ihr noch immer nicht erzählt, warum sie immer wieder verlegt wurde, jetzt zum dritten Mal in zwei Tagen, aber im Grunde wusste sie es natürlich. Alles bestens sagte Miriam und nickte. Wohin geht es diesmal? Eine Wohnung, die uns zur Verfügung steht, sagte ihr Vater und sah sie im Rückspiegel an. Wird es nicht langsam Zeit, mir mal zu erzählen, was hier los ist? fragte Miriam. Sie versuchte vorwurfsvoll zu klingen, aber sie war so müde. Sie hatte an den vergangenen Tagen fast nicht geschlafen. Es ist zu deinem eigenen Besten, sagte ihr Vater und sah sie wieder im Spiegel an. Hat der Täter sie bedroht? Tut ihr das hier nur, um ganz auf Nummer sicher zu gehen? Ich habe doch ein Recht darauf zu erfahren, was los ist oder etwa nicht. Solange ihr tut, was ich euch sage, kann euch nichts passieren, sagte ihr Vater und fuhr bei Rot über eine Kreuzung. Sie wusste, wie ihr Vater war, wenn er erst mal einen Entschluss gefasst hatte. Deshalb stellte sie keine weiteren Fragen. Sie kam sich plötzlich wieder vor wie mit vierzehn. Er war damals furchtbar streng gewesen. Mit den Jahren hatte sich das aber gelegt. Damals hatte sie überhaupt nicht mit ihm reden können. Nein, Miriam, so kannst du nicht in die Schule gehen. Der Rock ist viel zu kurz. Nein, Miriam, um zehn musst du zu Hause sein. Nein, Miriam, ich will nicht, dass du dich mit diesem Ruben triffst. Das ist kein guter Umgang für dich. Ein bis ins Detail geregeltes Teenagerleben mit einem paranoiden Polizeipapa. Das hatte ihr immerhin Achtung eingetragen, das schon. Wer es zu Hause am schlimmsten hatte, erntete in der Clique in der Schule die größte Sympathie. Außerdem gab es immer Möglichkeiten, die Eltern auszutricksen. Auch wenn sie bei der Polizei waren. Am Ende war sie kaum noch zu Hause gewesen. Und das hatte das Problem gelöst. Ihre Mutter war damals zudem so weit weg gewesen. Also Erwachsene manchmal. Bildeten die sich wirklich ein, ihre Kinder durchschauten nicht, was ablief? Miriam hatte das mit Rolf längst kapiert, ehe zu Hause alles losgebrochen war. Ihre Mutter, die so ordentlich war, dass man die Uhr nach ihr stellen konnte, die sich plötzlich mit einer Freundin treffen musste, die plötzlich eine Menge Anrufe bekam, wo jemand falsch verbunden war? <laughs> also echt? Schläft sie? Miriam Krüger sah Marion an, die zusammengerollt unter der Decke lag. Miriam nickte. Sie mochte Mia. Sie hatte Mia immer schon gemocht. Das hing mit Mias Art zusammen. Mia war so charismatisch, hatte eine so umwerfende Ausstrahlung. Sie wirkte manchmal vielleicht ein wenig zerstreut und seltsam, aber nicht Miriam gegenüber. Mia erinnerte sie ein wenig an sich selbst, Vielleicht mochte sie sie deshalb so gern, intelligent und stark, aber auch ziemlich verletzlich. Dein Vater hat über ein Internetforum eine kodierte Mitteilung erhalten, sagte Mia. Mir? zischte der Vater, aber Mia ignorierte ihn. Jemand hat sich als schwedische Mathematikerin namens Margrethe ausgegeben. Als wir den Code geknackt hatten, entpuppte sich die Mitteilung als unmissverständliche Drohung gegen Marion. Miriam bemerkte, wie das Gesicht ihres Vaters dunkelrot anlief. Echt? Fragte Miriam. Es überraschte sie ein wenig, dass sie eher neugierig war als ängstlich. Und wie lange hattest du Kontakt zu ihr? Im Netz meine ich. Der Vater gab keine Antwort. Er presste die Lippen aufeinander und seine Fingerknöchel um das Lenkrad waren weiß. Fast zwei Jahre, sagte Mir. Zwei Jahre? Zwei Jahre lang? Miriam traute ihren Ohren nicht. Du stehst seit zwei Jahren in Kontakt mit dieser Person, Papa? Ist das wahr? Du hast zwei Jahre lang mit dem Mörder kommuniziert, ohne das zu wissen. Ihr Vater gab noch immer keine Antwort und trat wütend auf das Gaspedal. Er konnte das doch nicht wissen, sagte Mia. Die sind anonym in diesem Forum. Es hätte jeder sein können. Jetzt reicht es mir, bellte Munk. Was? Fragte Mia. Es kann doch sein, dass sie etwas weiß. Wenn der Mörder seit Jahren Kontakt mit dir hatte, dann kann es doch sein, dass er sich auch bei ihr gemeldet hat. Das müssen wir doch wissen. Der Vater trat plötzlich auf die Bremse und fuhr an den Straßenrand. Bleib hier, sagte er und sah Miriam im Rückspiegel streng an. Du raus. Holger, begann Mia. Raus, raus aus dem Auto. Mia löste den Sicherheitsgurt und stieg widerstrebend aus dem Audi. Holger Munk öffnete seine Tür und ging zu mir auf den Bürgersteig. Miriam konnte nicht hören, was sie sagten, aber es war deutlich, dass ihr Vater außer sich vor Wut war. Er fuchtelte mit den Armen und hatte eine feuchte Aussprache. Sie konnte sehen, dass Mia versuchte etwas zu sagen, aber Holger ließ sie nicht zu Wort kommen. Er hielt einen Finger dicht vor ihr Gesicht, und für einen Moment glaubte Miriam, er werde ihr eine scheuern. Der Vater hielt eine lange Tirade und am Ende sagte Mir gar nichts mehr. Sie nickte nur noch. Dann kamen die beiden zum Auto zurück und stiegen wieder ein. Der Wagen fuhr langsam an. Gesagt wurde nichts mehr. Die Stimmung im Auto war angespannt. Miriam hielt es für das Beste, selbst ebenfalls nichts zu sagen. Zwei Jahre? Der Vater hatte so lange Kontakt mit dem Mörder gehabt? Kein Wunder, dass er wütend war. Jemand hatte ihn an der Nase herumgeführt, und jetzt waren vier Mädchen tot. Sollte Mario Nummer fünf sein? War das die Mitteilung gewesen? Miriam deckte ihre Tochter noch besser zu und strich ihr liebevoll übers Haar, während der schwarze Audi durch die Nacht glitt zu einem geheimen Versteck, dessen Lage nicht einmal ihr bekannt war. Mia stand auf dem Bürgersteig vor dem grauen Mietshaus im Westend und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie hatte dieses Gefühl nicht zum ersten Mal, seit sie in die Stadt gekommen war, hatte sie dieses scheußliche Gefühl, dass jemand sie ansah. Sie hatte es als Verfolgungswahn abgetan, ziemlich normal für eine in ihrer Situation. Sie durfte diesem Gefühl nur keinen Raum zugestehen. Sie war nicht nervös, das nicht, und dennoch, ja, verdammt. Sie schaute sich um, sah aber niemanden. Die Straßen um sie herum waren wie ausgestorben. Sie hat Miriam und Marion in eine weiße Wohnung in Frogna gebracht. Weiß bedeutete hier, dass die Wohnung nicht gemeldet war, in keinem Register aufgeführt. Am Vorabend hatten sie die beiden in einer weiter östlich gelegenen Wohnung versteckt, aber Munk hatte sie da nicht sicher gewähnt und beschlossen, sie noch einmal zu verlegen. Die Wohnung, die sie nun benutzten, war Politikern und anderen hochrangigen Besuchern mit hoher Sicherheitsstufe vorbehalten, aber Munk hatte ein paar Strippen gezogen, ohne zu laut mit den Ketten zu rasseln, so wenige wie möglich einweihen, er wurde jetzt wirklich paranoid. Sie konnte ihn gut verstehen. Mia zog eine Pastille aus der Tasche und suchte mit ihrem Blick die Straße ab. Niemand da. Nicht einmal ein Auto. Kein Zeitungsbote. Sie war ganz allein und ziemlich sicher, dass niemand Miriam und Marion beim Betreten der Wohnung gesehen hatte. Einige Minuten darauf kam Munk aus dem Haus. Er steckte sich eine Zigarette an und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Tut mir leid, sagte Mia. Nein, verdammt. Mein Fehler, sagte Munk. Aber ich. naja, du weißt schon. Ist nicht so wild, sagte Mia und nickte. Sind wir allein? Ich glaube schon, hab niemanden gesehen. Da oben ist alles in Ordnung. Munk machte noch einen langen Zug an seiner Zigarette und schaute dann zum fünften Stock hoch. Das schon. Mira ist sauer auf mich, aber ja, ich kann sie gut verstehen. Ich hoffe bloß, sie begreift, dass ich ihr nur helfen will. Natürlich begreift sie das, sagte Mia und nickte. Ist nur gerade ein bisschen viel. Sie wird ihr dankbar sein, wenn alles vorbei ist. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Musste ihr sagen, dass sie jetzt nicht heiraten kann. Sie soll die Hochzeit absagen? Natürlich. Das wird ihr sehr schwer fallen, sagte Mir. Hundert Personen in einer Kirche und alle haben etwas mit mir zu tun. Das können wir nicht riskieren, sagte Munk. Es ist ein Spiel, oder nicht? Er spielt mit uns. Sie spielt mit uns. Wie überfällt man eine Bank? Man springt ein Haus auf der anderen Straßenseite. Der Täter wusste genau, was er tat, was sie tat. Das hier hatte weiterreichende Konsequenzen als vier Mädchen oder zehn Mädchen. Jemand verfolgte Munk seit Jahren und wusste genau, wo es am meisten weh tat, wie die größtmögliche Verwirrung geschaffen werden konnte. Angst. Mia hatte in den letzten drei Tagen nur vier Stunden geschlafen und das rächte sich jetzt, das spürte sie. Es fiel ihr schwer, klar zu denken. »Wer ist momentan im Büro?«, fragte Munk, als sie im Auto saßen. »Ludwig Gabriel Curry, glaube ich«, sagte Mia. »Mickelson will mich abziehen«, sagte Munk und steckte sich eine Zigarette an, ohne das Fenster zu öffnen. »Woher weißt du das?« »Was würdest du tun?« Er sah sie mit leerem Blick an. »Dich abziehen«, wiederholte Mia. »Genau«, sagte Munk und bog in Richtung Maribos Gorte ab. Was meinst du dazu? Was soll das heißen? Naja, das, das ist doch eine berechtigte Frage. Wir arbeiten an einem extrem schweren Fall. Der Täter hat es auf dich persönlich abgesehen. Kannst du da noch objektiv sein? Deine Gefühle raushalten? Ich glaube das nicht. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? schnaubte Munk. Auf deiner natürlich, sagte Mir. Aber ich kann auch verstehen, dass dieses Problem zur Sprache kommt. Das ist jetzt persönlich, sagte Munk und kniff die Augen zusammen. Niemand greift meine Familie an, ohne dafür zu bezahlen. Nicht wahr? Was? Ein solcher Spruch bei Mickelson. Und das war's. Mia zog den Zeigefinger über die Kehle, um zu verdeutlichen, was sie meinte. Ha, sagte Munk. Wem sollte er den Fall denn sonst geben? Wenn Gott. Sonst noch was? Glocker wollt. Ach, hör doch auf, Mia. Für welches Team kickst du jetzt eigentlich? Ich meine ja bloß, Holger, es gibt andere. Du kannst aussteigen. Munk überlegte, dann sagte er, was würdest du machen, wenn es um deine Familie ginge? Das weißt du genau. Eben. Also reden wir nicht mehr darüber. Müsstest du nicht mal schlafen? Sicher, aber, aber das geht nun mal nicht, seufzte Munk und kurbelte endlich das Fenster herunter. Sag allen Bescheid. In einer Stunde im Büro. Wer nicht kommt, muss sich einen anderen Job suchen. Wir müssen alles nochmal neu durchgehen. Wir werden jeden Stein umdrehen, bis wir diese verdammte Kakerlake gefunden haben. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Leben tue. Mia nickte und zückte ihr Telefon. Was haben wir? fragte Munk, als sich alle im Besprechungsraum versammelt hatten. Und erzählt mir nicht, wir hätten nichts. Das ist nämlich nicht möglich. Irgendwer muss da draußen irgendwas gesehen haben. Ich weiß, dass alle rund um die Uhr geschuftet haben, aber von jetzt ab schuften wir doppelt so viel. Wer will anfangen? Ludwig? Mia schaute sich im Raum um. Eine Runde aus müden Gesichtern starrte sie an. Alle hatten in den letzten Wochen extrem viele Stunden investiert, aber das hatte noch immer zu keinem Durchbruch geführt. Curry hatte jetzt einen Bart. Gabriel Mörk war ganz fahl im Gesicht und hatte dicke Tränensäcke unter den Augen. Wir haben alle Namen aus dem Pflegeheim hövigwey mit dem Fall Hönnefuß verglichen. Bisher haben wir nichts gefunden, aber wir sind noch nicht ganz durch. Macht weiter damit. Da kann noch etwas auftauchen, sagte Munk. Sonst noch? Ich habe mich über diese Gemeinde informiert, die du erwähnt hast, sagte Gabriel. Munk warf mir einen raschen Blick zu. Mir zuckte mit den Schultern und nickte. Sie hatte bei der Gemeinde keine gute Arbeit geleistet, hatten zu spät reagiert. Sie waren auf dem Weg gewesen, aber dann waren die Mädchen im Fort Isegran gefunden worden. Und gleich darauf hatten sie von der Bedrohung für Marion erfahren. Was hast du herausgefunden? Naja, eigentlich erstaunlich wenig, sagte Gabriel. Sie nennen sich Methusalemkirche, aber ich habe keine unter diesem Namen registrierten Gesellschaften oder religiösen Organisationen gefunden. Sie haben auch keine Website, sie scheinen noch nicht ganz im Computerzeitalter angekommen zu sein oder wollen das gar nicht. Ist das alles? Nein, ich habe jemanden gefunden, der bei der Adresse gemeldet ist. Gabriel überflog seine Notizen. Ähm, einen Lukas Wallner. Hab ihn überprüft, aber er taucht sonst offenbar nirgendwo auf. Na gut, sagte Munk und katzte sich am Bart. Ich war selbst einige Male da oben, und wenn mich nicht alles täuscht, waren da zwei Männer, ein älterer mit weißen Haaren und einer mit kurzen Blonden, der war vielleicht so Mitte zwanzig. Wir müssen da mal genauer nachsehen, und das sehr schnell. Wir waren dem Mörder auf der Spur, und es ist wichtig, dass wir die Fährte bald wieder aufnehmen. Meine Mutter besucht da die Andachten. Ich werde sehen, ob ich etwas aus ihr herausholen kann, okay? Ich setz mich gleich dran, so wie wir hier fertig sind, sagte Gabriel und nickte. Gut, sagte Munk und ließ seinen Blick wieder über die Runde schweifen. Hat sonst noch jemand was? Benjamin Backe ist überwacht worden, aber bisher weist nichts darauf hin, dass er etwas damit zu tun hat, sagte Körrer. Alles klar, sagte Munk. Wir haben genug Leute, also setz weiterhin die Kollegen auf ihn an, bis wir ganz sicher sind. Mehr? »Ähm, ich habe mir das Konto Margrethe-08 angesehen«, sagte Gabriel. »Das ist eine Hotmail-Adresse, eingerichtet, ähm«, er schaute auf sein iPad, »am 2. März 2010, ein paar Tage bevor du die erste Mail von ihr bekommen hast. Kommt das hin?« Gabriel sah zu Munk hinüber, der leicht beschämt wirkte. Nicht nur der Name seiner Mutter tauchte in diesem Fall auf. Der Täter hatte zudem auch Kontakt zu ihm aufgenommen, privat, und er hatte sich an der Nase herumführen lassen.« Mia kannte ihn gut genug, dass sie wusste, was sich hinter seiner gerunzelten Stirn abspielte. Sie sah, dass er versuchte, sich zusammenzureißen, den anderen nicht den Eindruck zu vermitteln, er nehme das hier persönlich. Das stimmt, sagte Monk. Über dieses Konto sind nur Mails an dich verschickt worden, und drei verschiedene IP-Adressen wurden benutzt. Normale Sprache, bitte, sagte Curry und gähnte. IP-Adressen, Internetprotokolladressen. Jede Maschine, die mit dem Internet verbunden ist, hat ihre eigene Adresse, die dir erzählt, wo sie ist. Land, Bezirk, Breitbandlieferant. Und die genaue Position? fragte Munk. Ja. Liegte Gabriel. Wie gesagt, es wurden drei verschiedene Adressen benutzt. Alle sind aus dem Burger King auf Karl Johan, beim Ölevoll-Stadion und in Oslo S. Laptop unmöglich zu finden. Ich habe ihn angepeilt, bekomme aber keine Antwort, also ist er wohl nicht mehr eingeloggt, und aller Wahrscheinlichkeit nach hat der Benutzer ihn weggeworfen. Das hätte ich gemacht. Burger King hat Internet? fragte Curry. Wir haben knapp 2000 Hinweise erhalten, sagte Annette, ohne Curry zu beachten. Die meisten beziehen sich auf das Phantombild von der Frau aus Güllerütt. Aber leider muss ich sagen, dass wir noch nichts Brauchbares haben. Die Zeichnung ist zu durchschnittlich, ähnelt zu vielen. Und die Belohnung, ihr wisst ja, wie sowas läuft. Alle möglichen Leute hierzulande hätten gern eine Million und haben einen Nachbarn, der sich verdächtig verhält. Munk kratzte sich am Ohr. Täter mit ähnlicher Vorgehensweise? Curry schüttelte den Kopf. Verdammt, jetzt macht schon. Irgendwas muss es doch geben. Irgendwer muss etwas gesehen haben oder gehört. Mir bedachte Munk mit einem strengen Blick. "Reg dich ab." Sie wusste, auch wenn die Zusammenarbeit in der Gruppe ungewöhnlich gut lief, gab es immer jemanden, der in diesem Beruf weiter und höher kommen wollte. Mickelson stand sicher mit mehreren in direkter Verbindung. Sie räusperte sich und stand auf, ging an die Tafel, um die Aufmerksamkeit von Munk abzulenken. Ich weiß nicht, ob alle von euch alle Informationen bekommen haben. Deshalb möchte ich jetzt alles noch einmal durchgehen. Auch die Dinge, die ich nur im Kopf habe oder im Gefühl und bei denen ihr mir helfen könnt. Sagen, was ihr denkt, meint, fühlt. Nichts ist zu abwegig. Alles kann uns helfen. Okay? Mia schaute sich um. Schweigen. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Das ist der ganze Fall, so wie ich ihn sehe. 2006 entführt jemand ein Baby aus dem Krankenhaus von Hönefuss. Ein Grund könnte Erpressung sein, aber es sind nie irgendwelche Forderungen gestellt worden. Der andere Grund ist, dass jemand sich ein Baby wünscht. Okay? Also das glaube ich. Jemand wünscht sich ein Baby. Ich habe die ganze Zeit geglaubt oder vielleicht eher gefühlt, dass wir es mit einer Frau zu tun haben. Eine Frau, die sich ein Baby wünscht. Versuchen wir es also mit folgender Geschichte. Diese Frau hat Zugang zur Wochenstation. Wie wir sehen und auch damals gesehen haben, ist es viel einfacher, ein Baby zu klauen, als man denkt. Vor allem eins, das keine Eltern hat. Also, diese Frau stiehlt das Baby. Es gibt natürlich einen Höllenaufstand, alle suchen, die Medien, wir, alle. Niemand kann diesen Druck aushalten. Die Frau findet einen Sündenbock. Joachim Wiglund. Es kommt sehr gelegen, dass er sich aufhängt. Sehr gelegen für alle. Der Obduktionsbericht über den Schweden besagt, dass äh, genau, es wurde keine Obduktion vorgenommen. Er hat sich aufgehängt, er hat gestanden, Fall abgeschlossen. Alle sind zur Tagesordnung übergegangen. Sie holte Luft und trank einen Schluck Mineralwasser. Sie hatte sich nicht vorher zurechtgelegt, was sie sagen wollte. Sie redete jetzt mehr mit sich selbst als mit den Kollegen. Eins ist mir jetzt klar. Wenn wir eine vernünftige Obduktion durchgeführt hätten, hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit am Hals des Schweden einen Nadelstich entdeckt. Sehr raffiniert, oder? Eine Überdosis in den Hals gleich unter dem Strick schwer zu entdecken, wenn kein Mordverdacht besteht. Naja, das ist jedenfalls die eine Theorie. Also, wir haben eine Frau mit einem Baby, die Spritzen setzen kann, die Zugang zu Narkosemitteln hat. Eine Krankenschwester? fragte Ludwig. Sehr gut möglich. Mir nickte. Aber wir haben bei den Krankenschwestern in Hönefuß keine Verdächtige gefunden. Also wir haben eine Frau, die ein Baby gestohlen hat, soweit so gut. Die Medien berichten nicht mehr, wir haben aufgegeben, aber dann geht etwas schief. Vielleicht stirbt das Baby. Das Baby stirbt, und sie beschließt sich an uns zu rächen. Es ist unsere Schuld, dass das Baby tot ist. Wir hätten sie finden müssen. Wir hätten das Baby retten müssen. Und Munk ist verantwortlich. Also schießt sie sich auf Munk ein. Mia räusperte sich wieder und nahm noch einen Schluck Wasser. Es war ganz still im Raum. Alle wussten, was Mia konnte. Niemand wollte sie unterbrechen jetzt, wo sie in Gang gekommen war. Diese Frau ist unglaublich clever, fuhr sie fort, sie kann sogar ein wenig schizophren wirken, sie findet es richtig, Kinder zu stehlen, und es macht ihr nichts aus, ein Leben zu nehmen. Es kommt ihr moralisch richtig vor, und deshalb muss diese Frau etwas erlebt haben, das äh, sie fand nicht die richtigen Worte. Ja, was das sein könnte, weiß ich nicht, aber es kann viele Gründe dafür geben. Sie ist klar im Kopf und zugleich eben nicht klar, sie sieht die Welt nicht so wie wir, sie hat dieses Baby unvorstellbar geliebt, vielleicht das baby würde jetzt im herbst eingeschult werden jetzt ist das baby tot ich glaube sie sieht das so ich reise allein das schild die mädchen sollen auf eine reise gehen ja ja es ist eine reise markus zehn vierzehn lasset die kindlein zu mir kommen die mädchen sollen in den himmel reisen Mia's Monolog wurde immer mehr zu einem Selbstgespräch, in ihrem Kopf zeichnete sich eine Lösung ab, die Knoten, die dort gewesen waren, lösten sich, und alles, was in den Schatten ihrer Hirnwindungen versteckt gewesen war. Die Frau ist ungeheuer fürsorglich, sie liebt Kinder, will sie beschützen, sie wäscht sie und macht sie zurecht. Es soll nicht wehtun. Und noch zwei Dinge Mia hüstelte, sie war jetzt unglaublich erschöpft, aber sie musste weitermachen. <laughs> zwei Dinge das war daran so seltsam, die vielen Zeichen und Symbole, ich, ich habe das nicht sofort begriffen, so viele falsche Fährten und, und Hinweise und, und ja, ich habe das zuerst nicht begriffen, aber ich, ich glaube jetzt, zwei Dinge sind wichtig. Das eine sind die Mädchen, das Baby soll nicht allein sein, äh, ja, und, und ja, es, es ist ihre Schuld, dass das Baby gestorben ist, sie war die Ursache, sie will das wieder gut machen, das Kind zur Freundinnen haben, aber es ist auch unsere Schuld, wir hätten sie aufhalten müssen. Oh, verdammt jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Zwei Dinge, sagte Curry freundlich. Ach ja, danke. Zwei Dinge. Das eine, sie bringt die Mädchen um, damit das Baby, das jetzt sechs Jahre alt wäre, im Himmel nicht allein sein muss. Das andere, sie will Munk fertig machen. Tut mir leid, aber das war ja ganz deutlich, deshalb war auch alles so chaotisch, deshalb haben wir uns geirrt, wir müssen alles separat betrachten, auch wenn sie die beiden Motive vermischt, um uns zu verwirren. Erstens, sie bringt die Mädchen um, weil das Mädchen, das sie entführt hat, im Himmel nicht allein sein soll. Zweitens, sie will sich um jeden Preis an der Polizei rächen, an Munk, will Munk fertig machen. Sie hat das Baby zwar in gewisser Weise umgebracht, aber sie macht Munk Vorwürfe. Ich glaube. Mia Krüger war jetzt am Ende ihrer Kräfte und konnte nur mit Mühe weiterreden. Was glaubst du mir? fragte Munk, damit sie den Faden wiederfand. Sie will gefunden werden, sagte Annette. Was glaubst du? fragte Munk. Sie will gefunden werden, wiederholte Annette. Sie zeigt uns, was sie macht. Ricke JW, die Mädchen in der Festung, die Anrufe bei der Presse. Sie will gefunden werden, meinst du nicht, Mia? Mia nickte. Das, das meine ich auch. Gut kombiniert. Sie wird immer unruhiger zeigt uns immer mehr. Sie will auch nach oben, in den Himmel. Sie will wieder mit dem Baby zusammen sein. Sie, sie will. Mia konnte nicht mehr. Sie sank erschöpft über dem Schreibtisch zusammen und rang um Atem. Munk ging zu ihr und legte ihr die Hand auf die Schulter. Geht's? Mia nickte stumm. Verdammt, okay, das nimmt jetzt alles Gestalt an, sagte Munk und drehte sich zu den anderen um. Also, eine Frau, das finde ich überzeugend, das ergibt für mich einen Sinn. Aber welche Damen haben wir auf dem Schirm? Die Frau mit den unterschiedlichen Augenfarben, sagte Ludwig. Einer aus der Gemeinde, schlug Curry vor. Eine Angestellte vom Pflegeheim, sagte Gabriel. Mia schaute zu Ludwig Grönli hinüber. Hast du einen Zusammenhang mit Veronika Backes Telefon? Leider noch nichts, ich arbeite daran, entgegnete Grönli. Oh Scheiße, bin ich lahm, sagte Mia plötzlich. Was ist los? Charlie. Charlie Brün. Wer? fragte Munk. Ein Freund. Er hat einen Transenclub in Thüringen. Er hat mir doch von ihr erzählt, von der mit den Augen. Er hat sie mehrmals gesehen. Oh, scheiße, bin ich lahm. Holt ihn her, sagte Munk. Wir müssen diese Frau finden. Wer weiß, vielleicht ist sie die Frau auf dem Phantombild, die der Augenzeuge in Sküllerit gesehen hat. Ist vielleicht zu weit hergeholt, aber wir probieren's. Wir stellen diesem Charlie alle gegenüber, die wir auf dem Zettel haben. Alle, die nach ihrem Tod Veronika Backes Telefonrechnungen bezahlt haben können, alle Angestellten des Pflegeheims und alle, die etwas mit dieser Gemeinde zu tun haben. Und wenn wir einen Treffer haben, muss der Rentner zu einer Gegenüberstellung geholt werden. Auf dem Weg zur Tür wurde mir von Annette aufgehalten. Bist du dir da sicher? fragte Annette leise. Womit denn? Mit der ganzen Sache. Geht das Munk nicht etwas zu nahe? Ich meine, seine Enkelin wird bedroht, seine Mutter ist in den Fall verwickelt. Sollte er da nicht eine kleine Pause einlegen, anderen das Ruder überlassen? Holger weiß, was er tut, sagte Mia schroff. Hoffentlich, sagte Annette. Was meinst du? fragte Charlie und drehte sich vor Mia um die eigene Achse. Er hatte sich für ein altes, geblümtes Oma-Kleid entschieden, dazu kniehohe silberne Stiefel, weiße Handschuhe bis zu den Ellbogen und eine grüne Boa. Oh, hast du keinen normalen Pullover und keine normale Hose? fragte Mia seufzend. Ach, Herrgott, Mia, du zerstörst die künstlerische Freiheit. Ich bin Künstler, ein wandelndes Kunstwerk. Weißt du das denn nicht? Charlie wühlte in seinem Schlafzimmerschrank und litt dabei ganz demonstrativ. Sicher, sicher, Charlie, ich seh dich ja. Ach, jetzt weiß ich's! Charlie fuhr herum und war ein einzig strahlendes Lächeln. Mr. Freud! Was für ein Freud! Charlie klatschte in die Hände und hüpfte wie ein kleines Kind auf und ab. Mr. Freud, er ist lange nicht mehr aufgetreten. 2004 hat er bei der Revue Jetzt Swings mitgemacht. Ach, du weißt, der Swinger Club und die Interessenorganisation der Transgender-Leute hatten mehrere. Hör auf, sagte Mia. Ich brauche nicht alles zu wissen, was du so treibst. Jetzt sag schon, was es mit äh, Mr. Freud auf sich hat, aber mach schnell. Charlie zog einen großen Anzugsack aus dem Schrank und verschwand im Badezimmer. Als er zurückkam, sah er aus wie ein echter Charmeur mit schwarzem Anzug und rosa Schlips und Lackschuhen. Er sah aus wie eine Mischung aus James Bond und Egon Olsen. Was sagst du? Charlie lächelte und wirbelte noch einmal herum. Spitzenmäßig, sagte Mia. Bin ich jetzt männlich genug? Sehr männlich. Die Damen im Pflegeheim werden dich mit Rosen bewerfen. <laughs> Meinst du? kicherte Charlie. Auf jeden Fall, sagte Mia lächelnd. Komm jetzt, Charlie folgte ihr zu dem wartenden Auto. Auf der Fahrt nach Höwig überlegte sie, wie sie Charlie klar machen sollte, dass er nicht auftreten, sondern sich Bilder der Angestellten ansehen sollte, verzichtete dann aber darauf. Zum Glück gab es Fotos von allen. Neue Sicherheitsvorschriften verpflichteten alle Angestellten, einen Ausweis mit Foto bei sich zu führen, und das würde ihnen die Arbeit erleichtern. Holger Munk wartete vor dem Pflegeheim. Charlie verbeugte sich und begrüßte ihn höflich. Nett, Sie kennenzulernen, sagte Munk und lächelte schmal. Schöner Anzug. Danke, sagte Charlie und verbeugte sich ein weiteres Mal. Hat mir Ihnen gesagt, was wir vorhaben? Ich arbeite undercover. Ist das nicht so? fragte Charlie augenzwinkernd. Ja, sowieso. Und Sie müssen sich hier in einem Computer Fotos ansehen und sagen, ob Sie Roger Backens Freundin erkennen. Hm, das schaffe ich schon, sagte Charlie grinsend. Sie hat unterschiedlich gefärbte Augen, oder? Ja. Charlie nickte. Ein braunes und ein blaues. Ich wusste es. Irgendetwas an ihr war anders. Naja, das, das haben wir nicht gesagt, sagte Munk. Wir möchten sie nur gern finden und kurz mit ihr reden. Das ist alles. Hm, alles klar. Charlie zwinkerte wieder. Strenggeheime Polizeisache. In diesem Moment wurde die Tür geöffnet und die Frau, mit der Holger bei ihrem letzten Besuch hier auf der Treppe gesprochen hatte, kam heraus. Das ist Karen Nieland, sagte Holger. Die Frau war etwa Ende dreißig, schlank, hatte lange, rotblonde Haare und ein reizendes Lächeln. Charlie verbeugte sich und gab ihr die Hand. Das ist Charlie, er wird uns heute helfen, und das ist meine Kollegin Mia. Mia reichte Karen die Hand. Freut mich, sagte Karen und lächelte. Ich habe versucht, Kariane zu erreichen, aber sie geht nicht ans Telefon. Sie nimmt das ja genau. Wenn sie frei hat, dann hat sie frei. Mia fragte nicht, ging aber davon aus, dass Kariane die Heimleiterin war. Aber wir dürfen uns doch mal umsehen, fragte Holger. Ja, das, das ist doch selbstverständlich, sagte Karen lächelnd. Es ist doch nur schön, dass wir helfen können. Mia sagte noch immer nichts. Sie hatte sich wegen der Vorschriften Sorgen gemacht. Sie brauchten immerhin eine Genehmigung, und das dauerte meistens seine Zeit, aber sie ging davon aus, dass Holger alles inoffiziell geregelt hatte, weil er im Pflegeheim bekannt war. Gut, sagte Holger. Gehen wir rein? Sie folgten Karen in ein Büro. Charlie stolzierte wie ein Pfau durch den Flur und verbeugte sich höflich nach allen Seiten. Hier wären wir, sagte Karen und zeigte auf einen Computer, der auf einem Tisch stand. Sie sah plötzlich ein wenig unsicher aus. Das ist ein gemeinsamer für alle Angestellten. Die Hausbewohner haben hier keinen Zugang, aber ich gehe davon aus, es ist in Ordnung, wenn Ihr ihn euch mal anseht. Ich meine, wo Ihr doch von der Polizei seid? Karen schaute Holger an, und der nickte beruhigend. Mir versteckte ein kleines Lächeln. Das ist überhaupt kein Problem, Karen, sagte Holger und berührte leicht ihre Schulter. Ich übernehme hier die Verantwortung. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Okay, schön. Karen lächelte. Ich dachte nur, naja, ja, Karianne kann manchmal ein bisschen streng sein, aber sie ist sehr nett und wirklich eine gute Chefin. Das Letzte fügte sie rasch hinzu, damit ihr niemand nachsagen konnte, sie würde etwas Unfreundliches über jemanden sagen. Wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung, sagte Munk lächelnd und schob noch einen Stuhl vor den Bildschirm, damit Charlie sich setzen konnte. Soll ich hier bleiben oder wie? fragte Karen. Ja, wenn das ginge, wäre das schön, falls wir Fragen haben. Kein Problem, sagte Karen. Wir müssen nachher das Mittagessen servieren, aber das dauert noch einen Moment. Holger setzte sich neben Charlie, nahm die Maus und klickte die Datei an, die Karen schon angescrollt hatte. Gehen wir da einfach runter? Nimm die Pfeiltaste, sagte Karen und zeigte auf die Tastatur. Holger drückte auf den Pfeil, und das erste Bild tauchte auf. Darunter stand Birgitte Lindamo. Nein, sagte Charlie mit strengem Blick, um klarzustellen, dass er diese Aufgabe ernst nahm. Holger drückte wieder. Diesmal tauchte das Bild einer gewissen Guru Olsen auf. Nein, sagte Charlie ein weiteres Mal. Wie viele Angestellte habt ihr? fragte Mia. Wir haben 85 Bewohnerinnen und Bewohner und wir haben insgesamt 22 nein, 23 Angestellte, einige in Vollzeit, einige in Teilzeit und dann haben wir noch eine Liste von Aushilfen, die bei Krankheit oder so einspringen können. Und alle sind hier aufgeführt? Hier sind alle registriert, ja, antwortete Karen lächelnd. Nein, sagte Charlie. Holger Munk drückte wieder. Diesmal stand der Name Marlin Stolz unter dem Foto. Das ist sie sagte Charlie und nickte. Bist du sicher? Absolut sicher, sagte Charlie. Aber sie hat eine Augenfarbe. Das ist sie, wiederholte Charlie voller Überzeugung. Mir fluchte leise. Dieser Frau war sie begegnet. Es war die mit den langen, rabenschwarzen Haaren, mit der sie bei ihrem ersten Besuch gesprochen hatte, während sie auf Holger warten musste. Kennst du sie, Karen? Ja, natürlich, sagte Karen und nickte, und sie sah zum ersten Mal ein wenig ängstlich aus. Was hat sie getan? Das lässt sich noch nicht sagen, antwortete Holger und notierte die Adresse auf dem Bildschirm. Wie gut kennst du sie? Eigentlich ziemlich gut, sagte Karen. Aber nur durch die Arbeit. Sie ist sehr tüchtig. Alle Bewohner mögen sie. Warst du schon mal bei ihr zu Hause? Nein, war ich nicht. Könnt ihr mir nicht sagen, warum ihr sie sucht? Ich, ich kriege es jetzt langsam mit der Angst zu tun. Sie ist nur Zeugin, Karen. Ach, sagte Karen und schüttelte den Kopf. Wie gesagt, nur Zeugin. Haben wir die Adresse? fragte Mia. Munk nickte ihr über Karens Schulter hinweg zu und reichte ihr einen Zettel. Er gab ihr ein Zeichen, den Anruf draußen auf der Treppe zu tätigen, um Karen nicht noch nervöser zu machen. Charlie sah unzufrieden aus. War das alles? Ja, das war alles. Munk nickte. Sehr gut gemacht, Charlie. Gute Arbeit, Charlie, sagte Mia, hastete nach draußen und rief Curry an. Ja? Wir haben einen Namen und eine Adresse, sagte Mia atemlos. Marlin Stolz, geboren 1977, lange, rabenschwarze Haare, an die 170 groß, etwa 65 Kilo. Sie nannte ihm die Adresse. Und das ist sie? fragte Curry. Ja, er hat sie sofort erkannt. Curry rief einen Befehl ins Zimmer hinter sich, dann hatte sie ihn wieder im Hörer. Wir fahren sofort hin, wir sehen uns dann dort. Mia beendete das Gespräch und nahm eine Pastille aus der Tasche. Sie hatte mit der Frau gesprochen, war ihr ganz nahe gekommen, und hatte nichts begriffen. Die andere hatte blaue Augen gehabt, aller Wahrscheinlichkeit nach Linsen. Verdammt wie tranig konnte man eigentlich sein. Charlie trat auf die Treppe, dicht gefolgt von Munk und Karen, die ziemlich erschüttert wirkte. Ich ruf dich an, sagte Munk und nahm Karens Hand. Danke für die Hilfe, Karen, sagte Mia noch einmal. Habe ich doch gern getan. Sie strich sich über die rotblonden Haare und versuchte ein Lächeln. War das alles? fragte Charlie ein weiteres Mal eindeutig unzufrieden. Gute Arbeit, Charlie, beteuerte Mia. Mung verabschiedete sich noch einmal von Karen und lief zu seinem Auto. Mia, fährst du mit mir? Ja, Mia nickte und folgte ihm. Hey, was ist mit mir? fragte Charlie und hob die Hände zu einer dramatischen Geste. Er fährt dich nach Hause, sagte Mia und deutete auf den Streifenpolizisten, der sie hergefahren hatte. Nicht mal einen Kaffee? Nächstes Mal rief Mia und ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Munk trat aufs Gaspedal und bog so rasch auf den Höwigweih, dass die Reifen auf dem Asphalt quietschten. Marlins Stolz hatte schlecht geschlafen. Sie hatte so seltsam geträumt, dass sie von einem Engel geholt worden war, dass alles vorüber war. Sie brauche das nicht mehr zu tun, hatte sie im Schlaf gedacht oder geträumt. Sie war etwas verwirrt und wußte nicht, welches ihr Traum Ich und welches ihr wirkliches Ich gewesen war. Der Engel jedenfalls war gekommen, ein wunderschöner weißer weiblicher Engel, der Engel hatte ihr die Hand hingestreckt und gesagt, jetzt solle sie ihm folgen, sie könne die Erde jetzt verlassen, sie brauche das hier nicht mehr zu tun, und Marlin Stolz war froh gewesen, sie war beim Aufwachen so froh gewesen, und danach hatte sie nicht mehr einschlafen können. Sie hatte an diesem Tag unterschiedliche Augenfarben gehabt, ein braunes Auge und ein blaues. So war sie. Eigentlich. Als Kind war sie deshalb gehänselt worden, sie hatten sie fleckig und komisch genannt, nur Katzen hätten unterschiedlich gefärbte Augen, du blöde Katze. Keine niedliche Katze, sondern eine Straßenkatze, so eine, die das Fell verlor, weil sie krank war, obwohl der Arzt doch gesagt hatte, das komme häufig vor. Heterochromie. Nein, nicht häufig. Es kam nicht häufig vor, aber auch nicht so selten, wie viele glaubten. Der Arzt hatte ihr erklärt, es sei ein genetischer Fehler. Nein, kein Fehler. Wenn sich die Gene im frühen Embryostadium verändern, weil es zum Beispiel eine Mutation gibt, kann ein Gen, das blaue Farbe vermittelt, sich durchsetzen bei einem Individuum, das eigentlich zwei braune haben müsste, eine Mutation. Eine Mutantin. Der Arzt hatte sie als Mutantin bezeichnet. Sie sei eine Mutantin mit zwei unterschiedlichen Augen und deshalb dürfe sie nicht sie selbst sein. Sie müsse jemand anders sein. Das hatte der Arzt gesagt. Oder hatte sie das irgendwo gelesen? Der Arzt hatte gar nichts gesagt. Sie hatte es im Internet gelesen und in der illustrierten Wissenschaft. Der Arzt hatte diese Zeitschrift im Wartezimmer ausliegen, als er untersucht hatte, ob sie Kinder haben könnte. Genau, der Arzt hatte gesagt, das könne sie nicht, weil sie eine Mutantin sei, sie dürfe nicht sie selbst sein, sondern jemand anders, obwohl es allerlei Promis mit unterschiedlich gefärbten Augen gab. Dan Eckroyd, David Bowie, Jane Seymour, Christopher Walken, die brauchten alle niemand anderes zu sein, auch wenn einige von ihnen ihren Namen geändert hatten. Marlins Stolz hatte geträumt, ein Engel habe sie geholt, sie brauche das hier nicht mehr zu machen, und sie war so froh gewesen, dass sie aufgewacht war. Dann hatte sie einige Stunden vor dem Badezimmerspiegel gestanden. Der Arzt hatte ihr Tabletten gegeben, gesagt, sie sei nicht normal, sie sei eine Mutantin, müsse Tabletten nehmen. Marlin mochte die Tabletten nicht, sie nahm sie nur ab und zu, wenn sie Stimmen im Kopf hörte, aber nicht oft genug, um normal zu sein. Marlins Stolz stand vor dem Herd. Sie hatte Hunger, sie hatte schon lange nichts mehr gegessen, und sie hatte schlecht geschlafen, sie hatte außerdem vergessen, Eier zu kaufen, obwohl sie die Eier am Vortag auf ihrer Einkaufsliste geschrieben hatte. Marlins Stolz konnte sehr gut so tun, als ob, sie konnte sehr gut eine andere sein als sie selbst. Solange sie eine andere war, ging alles gut, es war nicht schwer, eine Arbeit zu finden, solange man nicht man selbst war. Sie ging wieder ins Badezimmer, ohne zu wissen, was sie dort sollte. Deshalb ging sie zurück in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Die Uhr am Küchenfenster zeigte acht. Sie brauchte an diesem Tag nicht zu arbeiten, und das war gut, denn sie hatte schlecht geschlafen. Marlins Stolz beschloss, sich anzuziehen und in den Laden zu gehen. Es war einfach, in den Laden zu gehen, wenn sie nur ihre Kleider fand, der Laden öffnete früh, es war leicht, Eier zu kaufen, wenn sie nur daran dachte, sie in ihren Einkaufskorb zu legen, sie zu bezahlen und sie dann in die Plastiktüte zu stecken. Marlin Stolz ging ins Schlafzimmer, um ihre Kleider zu suchen, doch als sie die Tür öffnete, war der Schrank mit Milchprodukten gefüllt Milch, Butter, Sahne. Sie schloss die Tür wieder und entdeckte, dass sie im Laden war, es roch säuerlich, es war sehr früh und die Leute hatten schlecht geschlafen, deshalb roch es so. Marlins Stolz hatte geträumt, ein Engel habe sie geholt, habe gesagt, sie brauche nicht mehr auf der Erde zu sein. Aber jetzt war sie im Laden und musste Eier kaufen, denn sie hatte Hunger. Nicht alle Tage waren gleich schlimm. Es gab Dinge, die sie tun konnte, damit es ihr besser ging. Jemand anders sein, dann ging es besser. Sie selbst sein, dann ging es nicht so gut. So wie heute. Aber jetzt musste sie das, denn an diesem Tag hatte sie frei und und sie hatte Hunger, sie hatte schon lange nicht mehr frei gehabt, sie war tüchtig gewesen, hatte viel gearbeitet, war Marlins Stolz gewesen, die höflich und normal war und zwei Augen mit der gleichen Farbe hatte, bald würde sie nicht mehr Marlins Stolz sein, dann würde sie jemand anders sein, und darauf freute sie sich. Sie schloss die Tür des Schrankes mit den Milchprodukten und ging zu den Eiern, Sie legte vier Eierkartons in ihren Einkaufskorb. Der Korb war blau. Das konnte sie sehen. Wenn sie das braune Auge schloss, wenn sie das blaue Auge schloss, war der Korb braun. Es stimmte nicht, aber alles war möglich, wenn man so tat, als ob. Viermal zwölf Eier macht achtundvierzig Eier. Sie versuchte sich zu erinnern, was sonst noch auf ihrer Liste stand, aber das gelang ihr nicht so ganz. Doch, Brot. Sie ging zum Brotstand und entschied sich für ein Meerkornbrot. Es roch noch immer säuerlich im Laden, und sie musste sich die Nase zuhalten. Der Korb mit den Eiern war eigentlich zu schwer für eine Hand. Auch der Junge hinter der Kasse roch säuerlich. Er hatte schlecht geschlafen, deshalb roch er so. Sie hatte Geld auf ihrer Karte, die Zahlung wurde angenommen, und jetzt stank es wirklich im Laden. Sie konnte gerade noch die Eier in die Tüte legen und ins Freie hinausstürzen an die frische Luft, ehe der ganze Laden hinter ihren Fäulen aufging. Sie setzte sich auf die Treppe, bis die Luft wieder rein war. Dann nahm sie die Tüte in die rechte Hand und machte sich auf den Heimweg. Munk hatte ein Stück vom Mietshaus entfernt gehalten und konnte die Haustür sehen, als Mirs Telefon klingelte. Ja? Hier, Curry. Ist sie zu Hause? Nein, da meldet sich niemand. Wir wollten auf euch warten. Seht ihr uns? Mia schaute sich auf der Straße um und entdeckte den schwarzen Audi. Ja. Was machen wir? Mia sah Munk an. Gehen wir rein? Munk schüttelte den Kopf. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch gar nicht wissen, ob diese Frau etwas verbrochen hat. Wir wissen nur, dass sie Roger Backen gekannt hat und dass sie vielleicht Zugang zu Veronika Backes Telefon hatte. Ich will mir hier kein Patze erlauben. Nein, wir warten noch, sagte Mia ins Telefon. Haben wir in allen Straßen unsere Leute? Ja. Schick Kim, sagte Munk leise. Schick Kim, gab Mia durchs Telefon weiter. Er soll versuchen, über einen Nachbarn ins Haus zu kommen. Okay, sagte Curry. Gleich darauf wurde die Hintertür des anderen Audi geöffnet und Kim ging auf die Haustür zu. Er klingelte zweimal bei anderen Bewohnern, dann wurde die Tür geöffnet und er verschwand im Haus. Er ist drin, sagte Curry. Ich hab's gesehen sagte Mia. Sie hatten das schon oft so gemacht. Im Training und bei Ermittlungen. Ein oder zwei waren drinnen, die anderen draußen, im Auto und auf ihren Posten positioniert. Jemand klopfte an Mias Fensterscheibe und sie ließ sie herunter. Kyrre schob eine kleine Tasche herein und verschwand wieder. Mia öffnete die Tasche und reichte Munk den anderen Ohrstöpsel. Wir haben Verbindung, sagte Mia und legte das Telefon weg. Kim, bist du da? Ich bin hier. Wie sieht's aus da drin? Kellertür, Fahrstuhl, Treppe. Geh die Treppe hoch in den zweiten, sagte Munk. Okay. Sie warteten angespannt, bis Kim sich wieder meldete. Bin da. Richtige Tür? M. Stolz, antwortete Kim. Klingeln. Sie warteten einige Sekunden. Sie macht nicht auf. Soll ich rein? Mia und Munk wechselten einen Blick. Ja, sagte Munk. Mia musste daran denken, was Annette gesagt hatte dass Munk in diesem Fall befangen sei und daher nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen könne. »Drinnen«, sagte Kim, »hast du was für uns?« Es wurde für einen Moment still. »Großer Gott«, stöhnte Kim. »Was ist los?«, fragte Munk diesmal lauter. »Es ist... Das... Das müsst ihr euch eigentlich selbst ansehen.« »Was ist los?« Munk brüllte jetzt, aber Kim antwortete nicht mehr. Marlins Stolz kam zu sich und stellte fest, dass sie eine Plastiktüte in der Hand hielt. Sie war im Laden gewesen, sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, dass sie hinausgegangen war. Sie schaute sich um, sie war im Freien. Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war ein seltsamer Traum. Ein Engel hatte sie geholt. Sie musste nicht mehr hier sein, so wie sie es geplant hatte. Aber danach wusste sie nicht mehr viel. Sie warf einen Blick in die Tüte. Vier Eierkartons. Und ein Brot. Großer Gott. Das ihr passierte nicht zum ersten Mal, aber sie fürchtete sich jedes Mal von Neuem. Einmal war sie in der Straßenbahn zu sich gekommen, einmal auf dem Weg ins Töhenbad. Sie holte tief Luft und setzte sich auf eine Bank. Vielleicht sollte sie wieder zum Arzt gehen, doch sie hasste es, zum Arzt zu gehen, aber vielleicht war es jetzt wieder so weit. Die Blackouts häuften sich neuerdings, vor allem an den Tagen, an denen sie nicht zur Arbeit musste. Solange sie bei der Arbeit war, ging es gut, aber nicht, wenn sie zu Hause war und sie selbst war. Das war das Schwierige. Sie freute sich darauf, dass alles vorbei sein würde. Es dauerte jetzt nicht mehr lange. Bald könnte sie sich ausruhen. Bald, bald brauchte sie nicht mehr Marlins Stolz zu sein oder Mike in Storvik oder Marit Stoltenberg. Sie versuchte sich auf den Heimweg zu konzentrieren, aber in ihrem Kopf wurden die Bilder unscharf und überschnitten sich mit ihren Gedanken. Sie konzentrierte sich deshalb auf ihre Tüte, befühlte das Plastik. Das war echt. Oder nicht? Ja, so fühlte es sich an. Sie musterte ihre Kleider. Zwei gleiche Schuhe. Sehr gut. Hose. Super. T-Shirt und darüber ein dünner Pullover. Das hatte sie gut gemacht. Sie war nicht ohne Kleider losgegangen hatte sich einigermaßen passabel gekleidet. Es war ein bisschen kalt, kalter schon, aber immerhin trug sie etwas am Leib. Sie rieb sich die Hände, um warm zu werden, und versuchte wieder, sich vorzustellen, wie sie von der Bank aufstehen und nach Hause in ihre Wohnung gehen würde. Sie sah wieder die Tüte an. Rema. Sie war im Rema-Laden gewesen, und vom Rema aus musste sie an der Pizzeria vorbei. Sie schaute sich um und sah das Neonschild an der Ecke. Pizzeria Milano. Von dort aus wusste sie den Weg, so ungefähr. Sie stand schnell auf und überquerte die Straße. Sie fuhr jetzt durch und durch. Sie musste so schnell wie möglich nach Hause, sie wollte sich nicht erkälten. Wenn sie erkältet wäre, dürfte sie nicht zur Arbeit kommen, da waren sie streng. Die Alten waren so schwach, im Pflegeheim wurden keine Bazillen geduldet. Sie erreichte die Pizzeria und blieb stehen, um nach dem nächsten Anhaltspunkt Ausschau zu halten. Einbahnstraße in die Gegenrichtung gehen, dort wo das rote Schild mit dem weißen Balken war. Sie entdeckte das Schild und ging darauf zu, blieb aber plötzlich stehen. Etwas stimmte nicht, etwas war nicht richtig. Es war hier nicht so wie sonst, nicht morgens. Da standen keine Leute im Park herum, da saßen keine Leute im Auto und warteten auf nichts, während sie sich umschauten. In ihrem Kopf setzten sich die Gedanken langsam in Bewegung, sehr langsam. Dann begriff sie plötzlich. Sie ließ die Plastiktüte fallen, machte auf dem Absatz kehrt und rannte die Straße hinunter. Sarah Kiese stand vor einem Steinhaus in der Maribusgorte und wartete auf eine gewisse Annette. Sie hatte seit Tagen versucht, sie anzurufen, aber immer war besetzt gewesen. Hier ist die Anrufannahme der Osloer Polizei. Derzeit sind leider alle Leitungen belegt. Bitte warten Sie. Schließlich war sie durchgekommen. Nach drei Tagen. Beim letzten Mal hatte sie nur eine knappe Dreiviertelstunde gewartet, hatte nicht aufgegeben und geduldig gewartet. Und dann war sie durchgekommen. Sie hatte damit gerechnet, von einer freundlichen Stimme begrüßt zu werden. Aber das war nicht passiert. Die Frau hatte eher gereizt geklungen. Sarah Kieser hatte ein bisschen das Gefühl gehabt, etwas falsch zu machen. Dass die Frau glaubte, sie rufe wegen des Geldes an, aber das tat sie nicht. Das Geld war ihr egal. Eine Million Kronen für Hinweise, die zur Lösung des Falls führen. Sie hatte in der Zeitung von der Belohnung gelesen, und dann hatte es ihr langsam gedämmert. Ihr Mann war vor einem knappen Jahr gestorben, er war von einer ungesicherten Baustelle fast fünfzig Meter in die Tiefe gestürzt. Sarah Kiese war froh über seinen Tod. Er war ein schrecklich dummer Mann gewesen, er hätte ihr Leben zerstören können. Sie hatte nichts mit ihm zu tun haben wollen, war nicht einmal zu seiner Beerdigung gegangen. Der Geruch anderer Frauen, Geld, das aus ihrer Brieftasche verschwand, aus dem Einmachglas im Kühlschrank, das Geld, mit dem sie Rechnungen bezahlen musste, die Enttäuschung im Blick ihrer Tochter, wenn er ein seltenes Mal nach Hause kam und nicht mit ihr spielen oder reden wollte. Ein Speicherstick von dem Anwalt, der einen unscharfen Film enthielt, über irgendetwas, das er gebaut hatte, einen unterirdischen Raum, Sie hatte es vergessen, verdrängt, sie hatte jetzt ihr eigenes Leben, sie hatte sich eine neue Wohnung gekauft, sie war froh zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, aber dann war er wieder aufgetaucht, der Film auf dem Speicherstick, den sie gelöscht hatte, eine Belohnung von einer Million Kronen war ausgesetzt. Vielleicht hatte sie die übellaunige Frau am Telefon angelogen, vielleicht hatte sie deshalb angerufen, jedenfalls war sie davon geweckt worden, ihr Mann hatte so verängstigt gewirkt, wo er doch immer den Starken gespielt hatte. Seine Stimme hatte schrecklich gezittert, er hatte gesagt, sie müsse zur Polizei gehen, wenn ihm etwas passierte. Er hatte an irgendeinem verlassenen Ort einen unterirdischen Raum gebaut, mit einem Lastenaufzug und einer Belüftungsanlage. Sie hatte den Film gelöscht, sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben. Ihr ganzer Körper tat weh, wenn sie an ihn dachte. Sie hätte sich am liebsten übergeben. Er durfte nicht mehr in ihrem Kopf sein, in ihrem Körper. Deshalb hatte sie den Film gelöscht, und er war auch wirklich aus ihrem Leben verschwunden, bis sie vor ungefähr einer Woche die Zeitungen gelesen hatte. Eine Million Kronen Belohnung für Hinweise, die zur Lösung des Falls führten. Pauline, Johanne, Andrea und Caroline. Dann hat es ihr plötzlich gedämmert. Ihr Mann hatte den Raum gebaut, in dem die Mädchen gefangen gehalten wurden. Sarah Kiese zog ein Kaugummi aus ihrer Handtasche und schaute sich um. Ihr war nur gesagt worden, sie solle dort auf der Straße warten. Sie hatte ja gedacht, das Polizeigebäude liege unten am Grönlandplatz, aber so war es wohl doch nicht. Oder sie hatten offenbar mehrere Gebäude. Dann öffnete sich eine Tür und eine große Frau mit blonden Haaren und Sommersprossen kam auf sie zu. Sarah Kiese? Ja. Hallo, ich bin Annette, sagte die Polizistin und zeigte ihren Dienstausweis. Es tut mir leid, dass ich so spät angerufen habe, sagte Sarah verlegen, aber es war immer besetzt und und ja, mein Mann und ich haben uns nicht gerade gut verstanden. Und überhaupt. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken, sagte die sommersprossige Beamtin. Schön, dass Sie jetzt gekommen sind. Haben Sie den Laptop mitgebracht, den Sie erwähnt haben? Ja. Sarah Kiese nickte und zeigte auf ihre Tasche. Das ist gut. Dann kommen Sie bitte mit. Die Polizistin führte sie zu einer Tür in dem gelben Steinhaus und hielt ihre Karte vor einen Scanner. Sie schwiegen auf der Fahrt mit dem Fahrstuhl. Diese Annette war viel netter als die Frau am Telefon. Sarah freute sich darüber. Sie hatte sich vorgestellt, dass sie sich vielleicht Vorwürfe würde anhören müssen, weil sie sich erst so spät gemeldet hatte. Sie hatte sich in ihrem Leben so viele Vorwürfe anhören müssen. Hier entlang, sagte Annette und ging vor Sarah über den Flur. Sie erreichten eine weitere verschlossene Tür und Annette zog abermals ihre Karte durch den Scanner. Die Tür öffnete sich und sie betraten eine große, helle, moderne Bürolandschaft. Drinnen herrschte hektisches Treiben, die Leute liefen hin und her, und ununterbrochen klingelte irgendwo ein Telefon. Hier, sagte die sommersprossige Polizistin lächelnd und führte Sarah in ein Büro hinter einer Glaswand. Ein junger Mann mit kurzen Struvelhaaren saß mit dem Rücken zu ihnen vor einer Reihe von Computerbildschirmen, Boxen und jeder Menge moderner Technologie. Das ist Gabriel Mörk, sagte Annette. Gabriel, das ist Sarah Kiese. Der junge Mann erhob sich und reichte ihr die Hand. Hallo Sarah. Hallo. Bitte setzen Sie sich, sagte Annette und nahm selbst in einem Sessel Platz. Erzählen Sie uns kurz noch einmal, worum es geht. Sicher, sagte Sarah mit gepresster Stimme. Sie schilderte, was sie durchgemacht hatte. Der Tod ihres Mannes, der Anwalt, der Speicherstick, der Film, der Raum, den ihr Mann gebaut hatte, dass er Angst gehabt hatte, dass sie glaubte, es könne etwas mit den Mädchen zu tun haben. Und Sie haben den Film vom Laptop gelöscht? fragte der junge Mann. Sie nickte. War das dumm von mir? Tja, es wäre besser gewesen, sie hätten ihn noch, aber wir werden ihn schon finden. Haben Sie den Laptop mitgebracht? Sarah Kiese zog den Laptop aus der Tasche und reichte ihn Gabriel. Und den Stick haben Sie natürlich nicht mehr. Nein, der ist im Hausmüll gelandet. ja, da, da kann ich ihn leider nicht finden, sagte der junge Mann und zwinkerte ihr zu. Sarah lächelte matt. Wir waren alle so nett zu ihr. Sie war richtig erleichtert. Sie hatte Angst gehabt, die Beamten könnten ungehalten reagieren und sie kritisieren. Ich würde gerne eine schriftliche Aussage aufnehmen, geht das? fragte Annette. Ja, Sarah nickte. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ja, bitte. Die sommersprossige Polizistin lächelte und verließ das Zimmer. Nach dem Morgengebet war Pastor Simon zu Lukas gekommen, und hatte gesagt, dass sie diesen Tag miteinander verbringen würden. Lukas hatte seinen Ohren kaum zu trauen gewagt. Miteinander? Nur sie beide? Ihm war ganz heiß geworden. Lukas war doch immer an Pastor Simons Nähe, aber der Pastor war dauernd mit irgendetwas beschäftigt, meistens hielt er Zwiesprache mit Gott oder verkündete das Wort den vom Glauben abgefallenen, die das brauchten, und Lukas musste meistens irgendwelche wichtigen Aufgaben ausführen, wie den Boden putzen oder Kleider waschen, oder dafür sorgen, dass Pastor Simon saubere Bettwäsche hatte. Pastor Simon hatte vor ein paar Jahren eines Abends gesagt, er betrachte ihn als seinen engsten Mitarbeiter, seinen Stellvertreter, und seither war Lukas fast zehn Zentimeter gewachsen, hatte einen geraden Rücken, stand mit hocherhobenem Haupt neben dem Pastor. Aber eins hatte ihm gefehlt, nicht, dass er sich beim Pastor beklagt hätte, nicht doch, das wäre ihm niemals eingefallen, aber wenn man sich nach etwas sehen konnte, dann wünschte er sich auch bei den heiligen Fragen neben dem Pastor zu stehen. Und das hatte Pastor Simon heute gemeint. Heute werden wir zusammen sein, Lukas, nur du und ich. Das hatte er gemeint. Heute würde Lukas eingeweiht werden, heute würde er die Geheimnisse erfahren, würde Gott sprechen hören, da war er sich sicher. Sie waren vom Hof Porter Kelly losgefahren, als das Morgengebet verrichtet und das Frühstück beendet war. Die Frauen auf dem Hof verstanden wirklich etwas von gutem Essen. Lukas war stolz auf Pastor Simon, der so tüchtige Frauen ausgewählt hatte. Fünfzehn Frauen, die Gottes Wort gehorchten, die Kochen, Haus und Kleider in Ordnung halten und ordentlich zupacken konnten. Solche Frauen würden sie im Himmel brauchen keine selbstsüchtigen Frauen, die nur vor dem Fernseher saßen und sich wie Huren schminkten und verlangten, dass die Männer für sie arbeiteten. Lukas ließ den Motor an und fuhr durch das Tor. Gott hatte ihnen wunderschönes Wetter geschenkt, die Sonne stand hoch am Himmel, und er wurde sich immer sicherer, dass es heute geschehen würde, heute würde er eingeweiht werden. Er wusste schon ein bisschen das schon. Der Pastor hatte allerlei gesagt, und er hatte auch mehrmals gehört, wie der Pastor mit Gott gesprochen hatte. Lukas hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er gelauscht hatte, aber er hatte es einfach nicht lassen können. Der Pastor sprach in seinem Zimmer oft mit Gott. Lukas putzte immer dann vor dem Arbeitszimmer, wenn er drinnen Stimmen hörte. Auf diese Weise konnte er auf den Knien liegen und schrubben und sich zugleich mit Gottes Wort füllen lassen, ohne etwas Verbotenes zu tun. Der Pastor hatte Lukas den Führerschein bezahlt so wie er auch für alles andere bezahlt hatte, das Lukas hatte, einen schwarzen Anzug für wichtige Anlässe, einen weißen Anzug für die Andachten, drei Paar Schuhe und ein Fahrrad, und das Essen natürlich, und das Mansardenzimmer unten im Gemeindehaus. Der Pastor war reich. Gott hatte ihm Geld gegeben. Pastor Simon gehörte nicht zu denen, die an das Geld glaubten. Viele redeten gerade darüber, dass man kein Geld brauchte, wenn man Gott hatte, aber der Pastor, wusste es natürlich besser. In unserer nächsten Welt brauchen wir kein Geld, da wird für alles gesorgt, aber in dieser Welt gelten andere Regeln. Lukas las keine Zeitungen und sah nicht fern, aber er wusste doch, dass diese Welt auf Geld gebaut ist. Manche waren arm und manche reich. Die Armen waren meistens Menschen, die Gott bestrafte. Für diese Strafe konnte es viele Gründe geben. Sie konnten homosexuell oder drogensüchtig sein oder Hurerei betreiben oder schlecht über Gott oder Jesus oder ihre Eltern gesprochen haben. Manchmal strafte Gott ganze Länder oder Erdteile, oft durch Fluten oder Dürren irgendwo, aber meistens indem er die Menschen sehr wenig Geld haben ließ. Es war nicht so, dass alle Reichen ihr Geld von Gott bekommen hatten. Das wusste Lukas auch. Einige hatten ihr Geld von Gott gestohlen. Das war einfach zu begreifen. Alles Geld gehörte Gott und wenn jemand zu viel besaß und es nicht von Gott erhalten hatte, wie Pastor Simon, war er auf unehrliche Weise zu Geld gekommen und musste bestraft werden. Lukas fuhr den Weg, den Pastor Simon gewiesen hatte. Es ging jetzt nicht mehr bergab zum Gemeindehaus, nein, es ging nach oben, tiefer in den Wald, zu einem kleinen See. Lukas hielt und folgte dem Pastor zu einer Bank am Seeufer. Er musterte den Pastor heimlich. Die weiße Mähne war wie eine Antenne, das hatte er oft gedacht, eine Art Engelantenne, die dem Pastor direkten Kontakt zu Gott ermöglichte. Die Sonne stand hoch am blauen Himmel und schien direkt hinter dem Kopf des Pastors. Es kribbelte in der Haut, es kribbelte in den Fingern. Lukas konnte fast nicht stillsitzen, sein Lächeln zog sich um seinen ganzen Kopf. Siehst du den Teufel im Wasser? fragte der Pastor und zeigte darauf. Lukas schaute in den See, konnte aber nichts sehen. Das Wasser war dunkel und still, kein Kräusel zeigte sich an der Oberfläche, er konnte überall im Wald die Vögel zwitschern hören, nirgendwo sah er ein Zeichen des Teufels. Wo? fragte Lukas und sah noch genauer hin. Er wollte nicht Nein sagen, das wäre zu dumm. Vielleicht war das hier ein Test, ein Test, um festzustellen, ob er bereit sei für die Einweihung. Da draußen, sagte der Pastor und zeigte noch einmal. Lukas konnte noch immer nicht sehen, er wollte nicht lügen und nicht nein sagen, und er versuchte es, solange er konnte. Er starrte und starrte, kniff die Augen in der Hoffnung zusammen, der Teufel werde auftauchen, aber nichts passierte. Du siehst ihn doch, oder? fragte der Pastor endlich. Nein, sagte Lukas beschämt und senkte den Kopf. Möchtest du ihn sehen? Lukas hatte erwartet, zusammengestaucht zu werden, weil er nicht gut genug sehen konnte. Der Pastor konnte manchmal wütend werden, bei denen, die Gott nicht nahe genug waren. Aber jetzt hob er die Stimme nicht. Er sprach ruhig weiter. Ich glaube dir, Lukas, sagte der Pastor mit warmer, milder Stimme, aber wir können niemanden bei uns haben, der den Teufel nicht sieht. Denn wenn du den Teufel nicht siehst, kannst du auch Gott. Nicht sehen. Lukas senkte den Kopf noch tiefer und nickte stumm. Du möchtest doch mit in den Himmel kommen, nicht wahr? Natürlich, murmelte Lukas. Soll ich ihn dir zeigen? fragte der Pastor lächelnd. Zeigen? Den Teufel, sagte der Pastor und grinste. Lukas freute und fürchtete sich jetzt gleichermaßen. Natürlich sollte der Pastor ihm den Teufel zeigen, ihn den Leibhaftigen sehen lassen. Aber er hatte doch so viel über den Teufel gehört und wußte nicht, ob er schon bereit wäre, ihm zu begegnen. Zieh dich aus und geh ins Wasser, sagte der Pastor ruhig. Luca stutzte. Es war nicht warm draußen, Frühling, die Bäume hatten schöne grüne Blätter, aber die Luft war noch immer sehr kühl. Das Wasser war bestimmt schrecklich kalt. Na? fragte der Pastor und runzelte die Stirn. Lukas erhob sich langsam und fing an, sich auszuziehen. Bald stand er nackt vor dem Pastor, sein weißer, dünner Körper zitterte in der kühlen Luft. Der Pastor musterte ihn lange, ohne etwas zu sagen, musterte ihn von Kopf bis Fuß. Lukas hätte sich so gern ein wenig versteckt, er fühlte sich überhaupt nicht wohl in seiner Haut, aber ihm war ja klar, dass das hier zur Einweihung gehörte, er musste das durchstehen, um eine höhere Ebene zu erreichen, und dann musste man eben auch das ertragen, was nicht so ganz angenehm war. Jetzt kannst du ins Wasser gehen, sagte Pastor Simon und zeigte wieder. Lukas nickte und ging hinunter ans Ufer. Er hielt den See ins Wasser und zog ihn rasch wieder zurück. Das Wasser war eiskalt. Ein großer Vogel flog aus einem Baum auf und schraubte sich in den Himmel. Lukas schlang sich die Arme um den Leib und wünschte, er könnte ebenfalls fliegen, dann könnte er direkt zu Gott fliegen und für immer dort sein. Nicht, dass er nicht hier unten bei der Arche sein wollte. Natürlich wollte er mit der Arche fahren, sie waren ja schließlich Gottes Auserwählte auf Erden, aber wenn er fliegen könnte, würde er nicht solche Dinge tun müssen, um mitzudürfen. Er schaute zum Pastor hinüber, der wie eine Salzsäule auf der Bank saß. Lukas riss sich zusammen und schritt in das eiskalte Wasser hinaus. Oh, es tat weh. Er hatte das Gefühl, auf Eiswürfel zu treten. Er hätte den Pastor gern gefragt, wie weit er gehen müsste, aber der Pastor sagte nichts. Er hatte sich erhoben und stand am Ufer nur wenige Meter entfernt. Die Sonnenstrahlen umgaben seine weiße Mähne wie einen Heiligenschein. Siehst du den Teufel? fragte der Pastor ein weiteres Mal. Nein, stammelte Lukas. Er zwang sich weiter hinauszugehen, spürte das eiskalte Wasser an dem Körperteil, der nicht erwähnt wurde, ging noch einen Schritt weiter hinaus, bis das Wasser ihm bis zum Bauchnabel reichte. Siehst du ihn jetzt? fragte der Pastor. Seine Stimme war nicht mehr so mild wie sonst, sie war jetzt kälter wie Eis, wie das Wasser. Lukas spürte kaum noch seinen Körper, er existierte nicht mehr. Lukas senkte den Kopf und schüttelte ihn, er kam sich total unbrauchbar vor. Er sah den Teufel nicht, er sah gar nichts. Vielleicht hatte er es doch nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Vielleicht musste er hier unten in dieser Welt bleiben, zusammen mit den Huren und Dieben, und langsam verbrennen, bis sein Fleisch verkohlte und sich von den Knochen löste, während die anderen in Gottes ewiges Reich getragen wurden. Der Pastor setzte sich in Bewegung, ging mit großen Schritten ins Wasser hinaus, und plötzlich spürte Lukas eine kalte Hand im Nacken, er versuchte sich zu wehren, aber der Pastor war zu stark. Der Pastor presste seinen Kopf nach unten, und dann war er unter Wasser. Sein Kopf war unter Wasser und er bekam keine Luft. Lukas geriet in Panik und fuchtelte mit den Armen. Er brauchte Luft, aber der Pastor ließ nicht los. Er drückte Lukas noch tiefer unter Wasser. Siehst du den Teufel! konnte er den Pastor da oben brüllen hören. Lukas öffnete die Augen und seine Muskeln wurden ganz schlaff. Er musste jetzt sterben. So kam es ihm vor. Es war an der Zeit zu sterben. Deshalb. Hatte der Pastor ihn in den Wald geführt, zu diesem See, nicht um eingeweiht zu werden, sondern um zu sterben. Lukas versuchte ein letztes Mal, sich aus dem Griff des Pastors zu befreien, aber es war hoffnungslos. Der Pastor war wie besessen. Seine Hand war keine Menschenhand, sondern eine unerbittliche Eisenklaue. Vor Lukas' Augen verschwamm jetzt alles. Seine Lunge schrie nach Luft, aber er konnte sich nicht losreißen. Ihm war jegliche Möglichkeit genommen, über sein Leben zu entscheiden, sich zu bewegen zu atmen. Das Wasser kam ihm nicht einmal mehr kalt vor. Es war jetzt warm. Sein Körper wurde wärmer. Er konnte sehen, wie seine Finger sich weit vor ihm irgendwo bewegten. Der Pastor rief die ganze Zeit, aber Lukas konnte nicht mehr hören, was er sagte. <laughs> داكاجا خوبدن علي، ريامة فيكن <applause> هي، روجة ما تلقاش، ناساكنا، قوفيش، شبير بليغا وراني زيك بدانغ، دانغ، دانغ، فدينا كراجل، لوغ، لوغ، ورا ورا بامن، واكيدين قيمامن، تشتين على تو ما كربون ترشو، مرشو، زارو مارو بمالو، كاسنا جاء في شحالو، ريتشا ونا ريتشا، كوتشي بيكينجي هييتشا، وارحاسل لو مارحاسل، Wie lange er schon unter Wasser war, wusste er nicht, denn die Zeit war nicht mehr Zeit, sie war Ewigkeit. Er musste jetzt sterben, jetzt war der Moment des Sterbens gekommen, es hatte keinen Sinn, sich zu wehren. Plötzlich, ganz unerwartet, wurde sein Kopf aus dem Wasser und hoch in die kalte Frühlingsluft gerissen. Lukas hustete und wirkte, Frühstücksreste flogen aus seinem Mund und seine Lunge schien bersten zu wollen. Der Pastor zog ihn am Nacken an Land. Lukas blieb dort liegen und drang nach Atem. Er konnte seinen Körper nicht spüren. Der Pastor kniete neben ihm nieder und streichelte seine nassen Haare. Lukas schaute aus großen, verängstigten Augen zu ihm auf. Hast du den Teufel gesehen? fragte der Pastor lächelnd. Lukas nickte. Er nickte, bis er das Gefühl hatte, sein Genick müsse brechen. Schön sagte der Pastor grinsend und streichelte langsam Lukas Wange. Dann bist du bereit. Mia Krüger stand in Marlinsdolls Wohnung und wusste jetzt, warum Kim so reagiert hatte. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Spiegel gesehen, sagte Kim noch immer total perplex. Weißt du jetzt, wieso ich zusammengezuckt bin, als ich hier reingekommen bin? Mia nickte. Marlinsdolls Wohnung Sah aus wie ein Spiegelkabinett auf einem Rummelplatz. Jeder Quadratzentimeter der Wohnung war mit Spiegeln bedeckt. Von der Decke bis zum Boden in allen Zimmern. Sie hatten eine Stunde draußen gewartet, aber niemand war aufgetaucht. Die Entscheidung, in die Wohnung zu gehen, war dann von Munk getroffen worden. Mir war eigentlich dagegen gewesen, hat aber nichts gesagt. Er war der Chef. Sie hätte durchaus im Auto sitzen bleiben und noch warten wollen. Das wäre eigentlich das Beste gewesen. Jetzt hatten sie sich verraten. Munk hatte ein vollständiges Team angefordert, um die Wohnung zu durchsuchen. Die Polizei war meilenweit zu erkennen. Nie im Leben würde sie jetzt zurückkommen. Das wusste mir und Munk wusste das auch. Dennoch hatte er diese Entscheidung getroffen. Vielleicht hatte Annette ja doch recht. Vielleicht war Munk zu befangen, wo Miriam und Marion in einer geheimen Wohnung in Frogner untergetaucht waren, wo seine Mutter mit dieser Gemeinde zu tun hatte. Hast du sowas schon mal gesehen? fragte Kim. Mia schüttelte den Kopf, sie hatte noch nie so etwas gesehen. Wo sie auch stand, wohin sie sich auch drehte, immer sah sie sich selbst. Sie empfand ein starkes Unbehagen, aber es gab keinen Ort, an dem sie ihre Augen hätte ausruhen können, es gab kein Entrinnen. Sie sah müde aus, sie sah nicht aus wie sie selbst. Alkohol und Tabletten hatten ihre Spuren hinterlassen, auf der Haut und in den eigentlich so blauen Augen. Mia war durchaus nicht eitel, aber was sie hier sah, gefiel ihr nicht und Marlins Stolz war ihnen nun auch noch durch die Lappen gegangen. Munk kam in die Küche. Er sah mürrisch aus, seufzte tief und blieb unschlüssig vor dem verspiegelten Kühlschrank stehen. Es war ihm anzumerken, dass er nicht sonderlich oft in einen Spiegel schaute. Mir bemerkte, wie er sich musterte, sie hätte gern gewusst, was er dachte. »Hab eine Fahndungsmeldung rausgeschickt", sagte Munk nach einer Weile. "Wir haben Leute auf Gardemon in Oslo S auf dem Flughafen Torp, wir haben an den Knotenpunkten unser Wagen, aber" »Ich habe das Gefühl, dass sie uns ausgetrickst hat.« Munk kratzte sich am Bart und musterte dann wieder sein Gesicht im Spiegel. »Was zum Teufel soll das hier, Mia?« Mia zuckte mit den Schultern. Ihr war klar, dass die anderen sich auf sie verließen, wenn es um solche Dinge ging, aber für den Moment war ihr Kopf leer. Die Wohnung voller Spiegel. Wer wollte sich die ganze Zeit selbst sehen? Eine Person, die Angst vor dem Verschwinden hatte? Die sich die ganze Zeit selbst sehen musste, um zu wissen, dass sie existierte? Sie war zu müde. Sie unterdrückte ein Gähnen. Sie würde wirklich bald eine Runde schlafen müssen. Sie konnte aus allen Winkeln sehen, dass sie Ruhe brauchte. Der Leiter des Durchsuchungsteams, ein kleiner Mann Mitte fünfzig, mir hatte seinen Namen vergessen, tauchte im Türrahmen auf. Na, fragte Munk hoffnungsvoll. Nichts, sagte der kleine Mann. Hast du nichts gefunden? Nichts. Ich meine nichts. Hier ist nichts. Keine Bilder, keine persönlichen Gegenstände, keine handgeschriebenen Zettel, keine Zeitungen, keine Blumen. Nur einige Kleider im Schrank und eine Menge Schminke im Badezimmer. So, als ob sie gar nicht hier wohnen würde. Mia fühlte sich plötzlich in das Haus auf Hydra zurückversetzt. Sie hatte es auch so gemacht. Nichts Persönliches. Nur Kleider, Alkohol, Tabletten, eine Kaffeemaschine. Das schien jetzt unvorstellbar lange zurückzulegen. Eine vage Erinnerung, auch wenn es erst knapp drei Wochen her war, dass sie dem Himmel ein letztes Mal zugeprustet hatte, bereit zu verschwinden. Komm! Mia, komm. Sie wohnt hier gar nicht, sagte Mia. Was? fragte Munk. Mia war merklich erschöpft, sammelte aber ihre Kräfte. Sie wohnt hier nicht. Hier wohnt Marlins Stolz, aber das ist sie nicht. Sie wohnt woanders. Wie meinst du das? fragte Kim. Sie ist nicht Marlins Stolz? Nirgendwo ist eine Marlins Stolz gemeldet, falscher Name, sagte Munk gereizt. Wo wohnt sie denn dann? fragte Kim. Woanders, jetzt hör doch zu, fochte Munk. Auch ihm war die Erschöpfung deutlich anzumerken. Hier gibt es kein Zimmer, wo sie die Mädchen hätte aufbewahren können, sagte Mia. Sie setzte sich auf den Tisch. Sie konnte vor Müdigkeit nicht mehr stehen. Ihre Augen brannten. Sie wusste, dass sie diese Wohnung bald verlassen musste, ehe die vielen Spiegelbilder sie umbrachten. Hier wohnt Marlins Dolz. Aber sie ist nicht Marlins Stolz. Sie hat ihre Habseligkeiten an einem anderen Ort, wo sie sie selbst ist. Und wo die Mädchen waren. Eine Hütte oder ein abgelegenes Haus. Du kannst die Leute an den Flughäfen auch gleich zurückpfeifen. Sie wird das Land nicht verlassen. Woher weißt du das? fragte Munk. Sie ist gern zu Hause, sagte Mir. Frag mich nicht warum. Wir lassen sie bis heute Abend da, sagte Munk. Und jetzt müssen wir wieder zum Pflegeheim. Irgendwer da oben muss doch etwas über Marlin wissen. Er wandte sich an Kim. Organisierst du das? Gespräche mit allen Angestellten? Kim nickte. Ich brauch bald mal eine Runde Schlaf murmelte Mia. »Fahr du ruhig nach Hause, ich halte dich auf dem Laufenden. Du müsstest auch mal schlafen. Ja, ich komme schon zurecht,« entgegnete Munk gereizt. »Sollen wir jetzt zusammenpacken oder was?« fragte der kleine Mann. »Nein,« sagte Mia. »Warum nicht?« »Es fehlt etwas. Sie hat irgendwo ein Versteck. Wir haben schon überall gesucht,« sagte der kleine Mann leicht genervt über diese Antwort, die andeutete, sie machten ihre Arbeit nicht vernünftig. »Die Linsen,« sagte Mia. »Was?« die Linsen. Sie benutzt Linsen. Wenn sie Schminke und Kleider irgendwo aufbewahrt, dann bewahrt sie da auch ihre Linsen auf. Woher weißt du, dass sie Linsen benutzt? fragte der kleine Polizist. Mia merkte, dass sie den Mann jetzt langsam satt hatte. Ich habe sie mit blauen Augen gesehen. Jemand hat sie mit unterschiedlichen Augenfarben gesehen. Irgendwo hier müssen Linsen sein. Und wenn wir die finden, finden wir vielleicht auch noch etwas anderes. Aber wir haben schon, wandte der kleine Mann wieder ein. Sucht weiter, herrschte Munk. Wo denn? Linsen müssen kühl aufbewahrt werden, sagte Mia. Untersucht mal die Spiegel. Aber fangt im Badezimmer an, sagte Mia. Da setzt man Linsen ein, oder nicht? Untersucht die Spiegel. Ach, verdammt, seht euch mal die Spiegel an! Mia stand auf und verlor für eine Sekunde das Gleichgewicht. Ihre Beine gaben unter ihr nach, aber Kim konnte sie gerade noch auffangen. Mia, mir, alles in Ordnung? Mia kam wieder zu sich und richtete sich auf. Sie wollte nicht schwach wirken, nicht vor den Kollegen. Oh, verdammt! Ist schon gut. Nur mal schlafen und essen. Ruf mich an, ja? Sie taumelte zur Tür und fühlte sich besser, so wie sie im Treppenhaus stand. Eine Wohnung voller Spiegel, alle Wände, von der Decke bis zum Boden, nur Spiegel. Mia Krüger schwankte die Treppe hinunter und ließ sich von einem Streifenpolizisten nach Hause fahren. Aber, naja, nach Hause? Was zum Henker war das für ein Zuhause? Das hier war kein Zuhause, sie hatte kein Zuhause. Sie wohnte in einem Hotelzimmer in Oslo, hatte ihre Habseligkeiten eingelagert und besaß ein Haus auf Hydra. Das war sie jetzt. Niemand. Deshalb hatte es so weh getan, sich in den vielen Spiegeln zu sehen. Sie ließ sich aufs Bett fallen und schlief vollständig angezogen ein. Mama, was machst du? Marion Munk sah ihre Mutter an, die auf dem Sofa vor dem Fenster saß. Miriam war aufgetragen worden, die Vorhänge immer geschlossen zu halten, aber sie hielt das jetzt nicht länger aus. Sie musste auch mal nach draußen schauen, das Gefühl haben, dass die Welt noch vorhanden war. Ich sehe nur mal kurz raus, Liebes, warum bist du aufgestanden? Ich kann nicht schlafen. Du musst aber schlafen, du, sagte Miriam Munk und streichelte ihrer Tochter übers Haar. Schon, aber ich kann doch nicht schlafen, wenn ich nicht schlafe. Fragte die Kleine und legte den Kopf schräg. Das heißt, einschlafen, Hibis, sagte Miriam und lächelte schwach. Ihre Tochter war in letzter Zeit auf altkluge Weise eigensinnig geworden. Miriam hatte sich sagen lassen müssen, dass sie damals auch so gewesen sei, stur und eigensinnig, frühreif. Sie seufzte und zog die Vorhänge wieder zu. Sie hatte viel von ihrer Kindheit ausgesperrt. Nach der Scheidung war ein Teil davon einfach verschwunden, als ob er nicht mehr wahr wäre. Ihre Eltern wollten sich scheiden lassen, sie erinnerte sich daran, wie sie fünfzehn gewesen war und die ersten Zweifel bekommen hatte, sie hatte so gedacht, die haben die ganze Zeit gelogen. Aber das war jetzt lange her, sehr lange. Sie war wütend gewesen, schrecklich wütend, vor allem auf ihren Vater, Holger Munk, den Mordermittler. Sie war vorher so stolz auf ihn gewesen. Mein Vater ist bei der Polizei, der kann deinen Vater ins Gefängnis stecken, wenn der was angestellt hat. Aber er hatte sie verletzt. Er hatte die Mutter dazu gebracht, sich einen anderen zu suchen, einen Mann, zu dem Miriam eigentlich keine Beziehung hatte. Sie war jetzt älter, natürlich, aber es machte ihr noch immer zu schaffen. Sie hatten sich so nahe gestanden, es hatte sozusagen nur sie beide gegeben, sie und den Vater, eigentlich hatte sie schon lange damit abrechnen wollen. Ihn in den Arm nehmen und sagen, Tut mir leid, Papa, entschuldige, dass ich so zu dir war, aber sie brachte das einfach nicht über sich. Stur und eigensinnig. Sie spürte, dass jetzt die Zeit gekommen war. Bald, bald würde sie es ihm sagen. Ja, aber jetzt sag schon, Mama. Na gut, Marion. Jetzt musst du ins Schlafzimmer gehen und einschlafen. Kannst du das? Das ist so schwer, sagte das kleine blonde Mädchen. Ich denke so viel an Jackson Jekyll und Frankie Stein, weil die allein zu Hause sind. Die Puppen, die ihr Vater vor einiger Zeit für Marion gekauft hatte. Ach, die kommen schon zurecht. Woher weißt du das? Ich habe vorhin mit Papa gesprochen und er hat gesagt, dass es ihnen beiden gut geht. Er soll grüßen und dir das ausrichten. Marion lächelte ein wenig. Jetzt lügst du aber ganz schön schlimm, Mama. Ich? Nein, ich lüge doch nicht. Wie kommst du denn auf die Idee? fragte Miriam belustigt. Weil die doch gar nicht reden können. Sie reden doch, wenn du mit ihnen spielst. Ach, Mama, dann ist das doch meine Stimme. Hast du das nicht gehört? Ach, ist das so? sagte Miriam und spielte die Überraschte. Deine Stimme? Ich dachte, die könnten reden. Marion lachte. Du lässt dich manchmal aber leicht reinlegen, Mama. Wirklich? Ja, das tust du. Legst du mich oft rein? Ja, ab und zu. Marion streckte den Arm nach der Decke auf dem Sofa aus und wickelte sie um sich. Sie legte den Kopf an die Brust ihrer Mutter. Miriam spürte durch ihren Pullover Marions Herzschlag. Wann legst du Mama denn rein? Wenn ich sage, ich hätte mir schon die Zähne geputzt und äh, das hast du dann nicht? Doch, aber nicht richtig gut. Wenn ich also frage, hast du dir die Zähne richtig gut geputzt, dann hast du das gar nicht? Nein, das kleine Mädchen kicherte. Wie hast du sie denn geputzt? Na ja, so ungefähr halb gut. Miriam schmunzelte wieder und streichelte ihrer Tochter den Kopf. <laughs> Vielleicht sollten wir dir bald die Haare schneiden lassen. Meinst du beim Friseur? Miriam nickte. Oh ja, das möchte ich. Können wir das morgen machen? Nein, nicht morgen, wenn wir wieder zu Hause sind. Wann sind wir wieder zu Hause? Ihre Tochter sah sie mit flehendem Blick an. Das weiß ich nicht, Liebes, wenn Opa das erlaubt. Kriegen wir ein neues Haus, wenn wir nach Hause kommen? Miriam sah ihre Tochter fragend an. Wie meinst du das? So, move that bus. Den Bus wegfahren? Wie, wie meinst du das, Marion? Ach, das weißt du doch. Wenn im Fernsehen Leute ein schlechtes Haus haben und dann werden sie weggeschickt und ein neues Haus wird gebaut und dann kommen sie zurück und alle rufen Move that bus. Und dann steht da ein schönes Haus und alle jubeln und weinen. Ich möchte gern ein ganz rosa Zimmer mit einem Bett im Himmel. Kann ich das kriegen? Ein Himmelbett? Ja. Wir werden sehen. Wo hast du so eine Sendung denn gesehen? Bei Opa. Du und Opa, ihr habt Extremrenovierung gesehen? Ich weiß doch nicht, wie das heißt, Mama. Miriam hatte ganz klar gesagt, welche Fernsehsendungen erlaubt waren und welche nicht, wenn Marion ihren Opa besuchte. Aber da war sie offenbar auf taube Ohren gestoßen. Sei ihr Vater sich sowas an? Sie konnte sich das eigentlich nicht vorstellen. Hast du mit Opa noch andere Sendungen gesehen? Ach, das darf ich doch nicht sagen. Warum nicht? dass wir Cola trinken und zusammen Fernsehen ist unser kleines Geheimnis, verstehst du, Mama? Meins und Opas. Und Geheimnisse darf man nicht verraten, das steht im Gesetz. Ja, richtig, nein, dann darfst du nichts verraten. Marion schmiegte ihr Gesicht an den Hals ihrer Mutter und schloss die Augen. Ihr Daumen war unterwegs zum Mund, aber sie hielt inne und legte ihn wieder auf ihren Bauch. Braves Mädchen. Sie hatte lange versucht, ihr das Daumlutschen abzugewöhnen. Leicht war das nicht gewesen. Aber jetzt schien sie es geschafft zu haben. Miriam wickelte die Decke enger um ihre Tochter und drückte sie noch enger an sich. Du, Mama? Aber wolltest du jetzt nicht einschlafen? Ich kann doch nicht einschlafen, wenn ich rede, sagte Marion jetzt wieder altklug. Nein, das ist klar, lachte Miriam. Dumm natürlich, zu lachen, auf sie zu reagieren, dann machte sie doch einfach weiter. Aber Miriam wusste sich nicht zu helfen. Um ganz ehrlich zu sein, Freute sie sich darüber, dass ihre Tochter wach war. Die Wohnung war so still und leer, wenn sie schlief. Was wolltest du mich fragen? Warum ist Papa nicht hier? Miriam wusste nicht recht, was sie antworten sollte. Johannes war aus Sicherheitsgründen nicht darüber informiert worden, wo sie waren. Wer imstande war, Mädchen an Bäumen aufzuhängen, könnte auch aus ihm herausholen, wo sich seine Familie versteckt hatte. Johannes. Sie dachte voller Wärme an ihn. Ihr Vater hatte sich nicht erweichen lassen, die Hochzeit war abgesagt, und auch wenn sie bis zuletzt widersprochen hatte, hatte sie sich am Ende geschlagen gegeben. Ihre Gefühle wollten, aber die Vernunft sagte etwas anderes. Sie konnten jetzt keine Kirche füllen, mit Familie und Freunden, das wäre unverantwortlich, für niemanden gut, nicht jetzt, wo Marion Nummer fünf war. Tick tack, die kleine Marion gleich fünf. Ihr Vater war ungeheuer wütend auf mir gewesen, aber Miriam war dankbar dafür, dass sie es erfahren hatte. Es war besser zu wissen, wovon die Rede war, als im Dunkeln zu tappen. Warum sagst du nichts, Mama? Ähm, Papa muss arbeiten, aber er hat dich sehr lieb, das soll ich dir sagen. Hast du mit ihm telefoniert? Ja, vorhin. Aber warum durfte ich nicht mit ihm reden? Weil du geschlafen hast. Ich hab doch gar nicht geschlafen, das habe ich aber gedacht. Das ist doch nicht dasselbe, Mama. Nächstes Mal musst du nachsehen. Also so geht das nicht, wieder lächelte Miriam. Das mach ich, liebes, das mache ich. Schön, sagte Marion. Das kleine Mädchen schlug die Decke zur Seite und stand auf. Jetzt gehe ich ins Bett, glaube ich. Das ist schön, Marion. Soll ich dich raufbringen? Ich bin doch kein Baby mehr, sagte Marion beleidigt. Ich weiß genau, wo das ist. Miriam lachte. »Du bist so tüchtig. Dann gib Mama einen guten Nachtkuss, ja?« Die Kleine beugte sich vor und umarmte ihre Mutter ganz fest. »Vergiss nicht, ich will ein rosa Zimmer mit einem Bett im Himmel. Move that bus!« »Ich richte es aus«, sagte Miriam fröhlich und küsste ihre Tochter auf die Wange. »Nacht! Nacht!« Marion lief im Nachthemd durch das Zimmer und kletterte die Treppe hoch. Miriam stand auf und ging in die Küche, um sich einen Tee zu machen. Ihr Telefon piepte und sie ging zurück, um nachzusehen, von wem die SMS kam. Sorry Miriam, aber wir müssen euch heute Abend wieder verlegen. Es ist etwas passiert. Erklärung folgt. Ich lasse euch jetzt abholen, okay? M. Verdammt, jetzt. Marion war eben gerade schlafen gegangen. Na gut, sie würde ihre Tochter ja wohl noch tragen können. Etwas war passiert. Was denn? Sie antwortete: Okay. Smiley. Sie ging auf den Gang und holte ihren Koffer. Sie hatte nicht viel mitgebracht. Zweimal Wäsche zum Wechseln für sie beide. Toilettensachen, nur das Nötigste. Sie brauchte zehn Minuten, um alles einzupacken. Sie holte die Teetasse aus der Küche und setzte sich wieder aufs Sofa. Sie fragte sich, wo sie jetzt hingebracht werden würden. Die erste Wohnung war klein gewesen, kein Fernseher, nur ein Zimmer, was sie fast wahnsinnig gemacht hatte, klaustrophobisch, eng. Diese Wohnung hier war viel größer und luxuriös eingerichtet. Sie wurde sicher benutzt, wenn hoher Besuch kam, der nicht gesehen werden wollte. Überaus anonym, perfekt, um sich neugierige Presseleute vom Hals zu halten. Wie sie. Hatte sie deshalb die Ausbildung zur Journalistin geschmissen? Weil es nicht gut genug wäre, als Journalistin zu arbeiten? Weil sie lieber etwas Nützlicheres tun wollte? Menschen helfen? Nein, das war nicht der Grund. Die Arbeit einer Journalistin wäre wirklich gut genug gewesen. Sie wusste nicht, wie sie auf diesen Gedanken gekommen war. Bei den Journalisten gab es solche und solche, genau wie bei Lehrern und Polizisten. Manche Journalisten schrieben über Promis, andere deckten Missstände auf. So eine Journalistin hätte Miriam werden wollen, die für etwas kämpfte, ihre Fähigkeiten einsetzte, um die Menschen zu informieren, statt sie mit Abstimmungen darüber einzulullen, wer sich am besten kleidete und ihnen zu erzählen, was die Promis zu Weihnachten aßen. Sie hatte ihren Tee gerade ausgetrunken, als es an der Tür klingelte. Miriam sprang auf und betätigte die Gegensprechanlage. Hallo? Ja, hallo, sind Sie soweit? Ich bin soweit, kommen Sie einfach hoch. Sie drückte auf den Sommer und zog die Schuhe an, trug den Koffer in den Flur und streifte ihre Jacke über. Sie hoffte, dass Marion auf der Fahrt nicht aufwachen würde, denn dann würde sie quängeln und vielleicht nicht wieder einschlafen. Jetzt wurde vorsichtig an die Tür geklopft, nicht geklingelt. Tüchtige Polizei, dachte Miriam, weiß, dass hier ein Kind schläft. Sie ging aufmachen. Draußen stand jemand. Mit einer Art Maske. Und einer Perücke. Sie konnte nicht mehr reagieren. Die Person presst ihr einen Lappen aufs Gesicht. Sie hörte das Wort Nacht. Und dann verlor sie das Bewusstsein. Mia Krüger saß an einem Fenstertisch im Café Kaffeebrennerie und versuchte mit Gewalt, sich wach zu halten. Sie war im Bett im Hotelzimmer sofort eingeschlafen, hatte aber vorher noch den Wecker gestellt. Sie brachte es nicht über sich, sich mehr als zwei Stunden Schlaf zu gönnen. Ihr Körper sah das allerdings anders und wollte zurück ins Bett, unter die Decke, in die Träume. Sie unterdrückte ein Gähnen und rief Kim Kolzö an. Ja, Kim? Haben wir von den Angestellten im Pflegeheim etwas erfahren? Nein, seufzte er. Offenbar hatte niemand besonders viel Kontakt zu ihr. Marlins Stolz war wohl eine Einzelgängerin, wie es aussieht. Bist du immer noch da oben? Nein, wir sind jetzt unterwegs. Müssen die Angestellten abklappern, die heute keinen Dienst haben. Und mal sehen, ob wir aus denen was rausholen können. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Ist doch klar. Mia unterdrückte ein weiteres Gähnen und ging sich noch einen Kaffee holen. Nur so konnte sie auf Trab kommen. Kaffee, eine Menge Kaffee, um ihren Kopf in Betrieb zu halten, ihren Körper in Gang. Sie hatte von einem Labyrinth aus Spiegeln geträumt, hatte keinen Ausweg gefunden, hatte sich wie gefangen gefühlt. Und dieses Gefühl steckte ihr noch immer in den Knochen. Sie bat um einen doppelten Espresso und wollte damit gerade zu ihrem Platz am Fenster zurückkehren, als ihr plötzlich zwei Frauen auffielen, die in einem vertraulichen, aber dennoch ziemlich lauten Gespräch an einem Tisch beim Tresen saßen. Sie konnte das Gespräch der beiden beim besten Willen nicht überhören. Wir haben wirklich alles versucht, aber es ging nicht, sagte die eine. Oh je, lag das an dir oder an deinem Mann? fragte die andere. Das konnten sie nicht feststellen, sagte die erste. Wie schrecklich für dich, sagte die andere. Ja, ohne die Selbsthilfegruppe hätte ich das nicht überstanden. Er, naja, er wollte einfach nicht darüber reden, sagte die erste. Und jetzt denkt ihr an Adoption? fragte die andere. Ich würde schrecklich gern, aber er, ja, er, er will nicht, glaube ich. Aber auch darüber will er eigentlich nicht reden. Zu dumm, einem Kind zu helfen, das keine Eltern hat, das muss doch schön für alle sein. Win-win. Ja, so sehe ich das auch, aber er Entschuldigung, sagte Mia, ich will wirklich nicht stören, aber ich konnte einfach nicht überhören, was Sie gesagt haben. Die beiden Frauen sahen sie an. Eine Selbsthilfegruppe? fragte Mia. Was war das für eine Selbsthilfegruppe? Die erste Frau sah ein wenig beleidigt aus, antwortete aber trotzdem. Eine Selbsthilfegruppe für Frauen, die keine Kinder bekommen können. Wieso fragen Sie? Eine Freundin von mir. Begann Mia, entschied sich dann aber anders. Ich, ich kann leider keine Kinder bekommen. Ach, wie traurig, sagte die erste Frau und änderte ihre Haltung, war nicht mehr beleidigt. Noch eine im Club, sie saßen in einem Boot. War das hier in Oslo oder wo? fragte Mia jetzt. Ja, in Böhler, sagte die Frau und nickte. Gibt es viele solche Gruppen? fragte Mia neugierig. Ja, die gibt es überall. Wo wohnen sie? Tausend Dank, sagte Mia. Dann versuche ich das. Keine Ursache, sagte die Frau. Haben Sie schon an Adoption gedacht? Die ganze Zeit, sagte Mia und holte sich ihren Espresso. Tausend Dank. Wir müssen zusammenhalten, sagte die Frau augenzwinkernd. Das müssen wir. Mia zwinkerte zurück und balancierte gerade ihre Tasse zurück zu ihrem Tisch, als ihr Telefon klingelte. Mia? Ludwig hier. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Ich habe etwas gefunden über die Gemeinde. Wir haben was über sie. Liegt einige Jahre zurück. Eine Beschwerde aus dem Pflegezentrum Welven in Hönnefuss. In Hönnefuss? Ja, drei Klagen, alle zurückgezogen. Sie haben sich gütlich geeinigt. Pflegeheimen Hönefuss, Pflegeheimen Höwig. Es musste einen Zusammenhang geben. Kannst du mir eine Liste der Angestellten für den fraglichen Zeitraum besorgen? Ist schon unterwegs, sagte Ludwig. Kannst du noch was für mich überprüfen? Okay. Kannst du feststellen, ob es in dem Zeitraum, ehe das Baby verschwunden ist, in Hönnefuß eine Selbsthilfegruppe für ungewollt kinderlose Frauen gegeben hat? Geht klar, gleich morgen, wenn alles wieder aufhat. Sehr gut. gibt es Neuigkeiten über Marlins stolz Noch immer verschwunden. Wir werden sie schon finden. Wenn jemand das schafft, dann du, sagte Ludwig. Danke, Ludwig. Keine Ursache. Bis morgen. Ja, bis dann. Mia legte auf, trank ihren Kaffee auf einen Zug, streifte die Lederjacke über und verließ zuversichtlich das Café. Holger Munk musste Mia Krüger einfach leid tun, wie er da auf der Fahrt zum Gemeindehaus in Böhler neben ihr saß. Sie hatten in so vielen Fällen schon zusammengearbeitet, aber sie konnte sich nicht erinnern, ihn jemals so erschöpft gesehen zu haben. Er saß verdrossen auf dem Sitz, die Zigarette im Mundwinkel, und starrte mit leerem Blick durch die Windschutzscheibe. Die Sorgen erdrückten den sonst so gelassenen Ermittler förmlich, als lasteten sie schwer auf seinen Schultern. Der Fall berührte sein Privatleben, er war darin verwickelt, die kleine Marion wurde bedroht, Marlins Stolz hatte Holger Munk aus der Fassung bringen können, so sehr, dass er sein objektives Urteilsvermögen verloren hatte. Nichts aus dem Pflegeheim? fragte sie ruhig. Munk schüttelte wütend den Kopf. Marlins Dolz scheint zwei Leben zu leben, sagte er dann. Die einen kennen sie von der Arbeit, aber in der Freizeit hat niemand Kontakt zu ihr. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Mia wusste, dass das ein Wunderpunkt war, aber die Frage musste einfach gestellt werden. Jetzt waren schließlich andere Rücksichten wichtiger. Munk nickte. Der Mann, der die Gemeinde leitet, ist irgendein Trottel namens Pastor Simon. Mia merkte, dass Munk diesen Namen nur mit Mühe über die Lippen brachte. Er war absolut nicht er selbst. Vielleicht hatte Annette ja doch recht gehabt. Vielleicht hätte er von dem Fall abgezogen werden müssen. In diesem Moment tendierte sie ebenfalls zu dieser Meinung. Das war alles, kein Nachname? Munk seufzte und schüttelte den Kopf. Pastor Simon, das war alles. Ich habe Gabriel gebeten nachzusehen, ob er irgendwo mehr findet. Und dieser Lukas Wallner, weiß sie wer das ist? Wieder nickte Munk. Der ist offenbar der Assistent dieses Pastors. Und du hast die beiden gesehen? Mia wusste, dass Munk auch diese Frage nicht hören wollte, aber auch sie musste gestellt werden. Aus der Ferne, ja, sagte Munk grimmig und öffnete das Autofenster. Er warf die Kippe hinaus und steckte sich sofort eine neue Zigarette an. Sie hielten vor dem weißen Gemeindehaus. Wenn Mia nicht gewusst hätte, wohin sie wollten, hätte sie nicht geglaubt, hier richtig zu sein. Von außen wies nichts darauf hin, dass es sich um ein Gotteshaus handelte. Es sah aus wie ein Pfadfindertreff oder wie irgendeine anonyme Behörde. Erst nachdem sie durch das Tor und zur Tür gegangen waren, wurde ihr klar, dass sie am richtigen Ort waren. Auf einem kleinen Schild neben der Eingangstür stand Methusalemkirche, und darüber war ein kleines Kreuz. Das Haus wirkte einsam und verlassen, die Tür war abgeschlossen. Munk ging die Treppe hinunter und über einen Kiesweg, der auf die Rückseite des Hauses führte. Mir wollte ihm gerade folgen, als ihr Telefon klingelte. Sie spielte für einen Moment mit dem Gedanken, den Anruf nicht anzunehmen. In dem Zustand, in dem Munk gerade war, wollte sie ihn lieber nicht allein lassen, aber da die ganze Einheit in Alarmbereitschaft war, blieb ihr eigentlich nichts anderes übrig. Sie sah den Rücken seines kurz um die Ecke verschwinden, als sie auf den grünen Hörer drückte. Ja, mir? Spreche ich mit mir, Krüger? Sie kannte die Stimme nicht. Ja, wer ist da? Sie sind ja wirklich nicht leicht zu erreichen, sagte die Stimme vorwurfsvoll. Ach nein, und mit wem spreche ich? fragte Mia. Entschuldigen Sie die Störung, sagte der Anrufer. Ich versuche schon eine ganze Weile, sie zu erreichen, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach. Mia folgte Munk um die Ecke, der durch ein Fenster ins Haus Innere spähte. Und worum geht es? fragte sie ungeduldig. Mein Name ist Albert Dahl, sagte der Mann. Ich bin Küster in der Borrekirche." Borrekirche? Der Friedhof, wo ihre ganze Familie lag? Wie gesagt, es tut mir leid, Sie zu stören, sagte der Küster. Ist etwas passiert? Munk ging weiter und spähte durch ein anderes Fenster. Ja, das allerdings. Wir haben es vor einer Woche entdeckt und es kommt uns sehr seltsam vor. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, außer natürlich Sie zu verständigen. Und was ist passiert? fragte Mia leicht gereizt und folgte Munk. Wir hatten hier eine Grabschändung, sagte der Küster. Was? fragte Mia. Wie das denn? Ja, na ja, das ist ja das Seltsame, sagte der Mann. Offenbar ist nur das Grab ihrer Schwester betroffen. Mir, Krüger blieb stehen und vergaß, ihren Kollegen im Auge zu behalten. Sigrid's Grab? Ja, leider, sagte der Küster bedauernd. Unseres Wissens ist kein anderes Grab betroffen. Grabschändung? In welcher Form? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, sagte der Küster. Mir ist das Ganze sehr, na ja, sehr unangenehm. Jemand hat den Namen Ihrer Schwester durchgestrichen. Durchgestrichen? Wie soll ich das verstehen? Mit einer Spraydose. Zuerst haben wir an normalen Vandalismus geglaubt, das kommt ja vor bei diesen unmöglichen Jugendlichen, die sich hier rumtreiben. Aber wir haben schnell festgestellt, dass es doch nicht so ist. Das ist ja gerade so seltsam. Mir hielt Ausschau nach Munk, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Wie meinen Sie das eigentlich? Was ist doch nicht so? Jetzt steht da Ihr Name. Was? Irgendwer hat Siegfried durchgestrichen und mir hingeschrieben. Mia Krüger zuckte vor Unbehagen zusammen, und im gleichen Augenblick sah sie Munk wieder um die Hausecke biegen. Er winkte ihr zu als Zeichen, dass er zum Auto zurückgehen wollte. Könnten Sie vielleicht bei uns vorbeischauen? fragte der Küster. Munk zeigte auf seine Uhr und winkte jetzt gereizt, während er auf den Audi zuging. Ich werde versuchen, sobald wie möglich zu kommen sagte Mia und legte auf. Was machst du da eigentlich? rief Munk. Das Haus sieht verlassen aus. Wir müssen diesen Lukas und diesen Pastor zur Fahndung rausgeben. Was? fragte Mia abwesend. Jemand hatte sich an Sigrids Grab vergangen. Wir müssen eine Fahndung ausschreiben, sagte Munk und wurde immer ungehaltener. Wir müssen diese Idioten finden und zur Vernehmung holen. Munk ließ den Motor an und fuhr wieder den Bogerüdweih hinunter. Mia überlegte, ob sie Munk von dem Anruf erzählen sollte, aber dann klingelte sein Telefon. Das Gespräch dauerte keine zehn Sekunden. Als er das Telefon sinken ließ, war sein Gesicht womöglich noch weißer als ohnehin schon. »Was?«, fragte Mia besorgt. Munk brachte kein Wort heraus. Er flüsterte förmlich. »Das war das Pflegeheim. Meiner Mutter geht es nicht gut. Ich muss sofort hin.« »Scheiße«, rief Mia. »Ich setze dich im Zentrum ab. Erledige du das mit der Fahndung.« »Alles klar«, Mia nickte. Sie wollte ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen fand aber nicht die richtigen Worte. Munk schaltete das Blaulicht ein, trat aufs Gaspedal und raste Richtung Zentrum davon. Teil 5. Emilie Isachsen saß im Auto und fuhr den Ringkollwei hoch. Sie war neu in der Gegend, wohnte erst seit einem Jahr in Hönnefuß, und plötzlich ging ihr auf, dass es schneller gegangen wäre, den Hadelandswei und dann den Gamle Ringkollwey zu nehmen, dort wollte sie nämlich hin. Emilie Isachsen war norwegisch Lehrerin und hatte mehrere Schüler aus dieser Gegend, einige Kilometer außerhalb des Ortskerns. Sie schaltete in den zweiten Gang und bog in den Järmensbowai ab. Emilie Isachsen hatte schon auf dem Gymnasium gewusst, dass sie Lehrerin werden wollte. Sie hatte gleich nach der Ausbildung eine Stelle gefunden und die Arbeit hatte ihr vom ersten Tag an gefallen. Mehrere Kollegen hatten anfangs mit ihr geredet, hatten ihr gut gemeinte Ratschläge erteilt, dass es wichtig sei, sich ein wenig in Acht zu nehmen, nicht zu viel Arbeit mit nach Hause zu nehmen, sich nicht zu sehr an die Schüler zu hängen, aber so machte sie das eben nicht. Deshalb saß sie jetzt in ihrem Auto Tobias Iverson. Er war ihr schon in der ersten Stunde aufgefallen, der hübsche, etwas magere Junge mit dem wachen Blick, er hatte etwas Besonderes, etwas, dass sie nicht richtig in Worte fassen konnte. Er war beliebt bei den anderen Kindern, das war kein Problem. Es war etwas anderes, ja, sie hatte es anfangs nicht begriffen, das war erst nach und nach passiert. Seine Mutter kam nie zum Elternsprechtag, der Stiefvater auch nicht, Briefe wurden nicht beantwortet, sie gingen nicht ans Telefon, sie konnte die Familie einfach nicht erreichen, und dann hatte sie immer wieder blaue Flecken entdeckt, in seinem Gesicht, an den Händen, Sie hatte ihn nicht im Sportunterricht, aber sie hatte den Verdacht, dass es noch an weiteren Stellen am Körper blaue Flecken gab. Sie hatte mit dem Sportlehrer gesprochen, aber der war von der alten Sorte. Kinder stürzten eben ab und zu, vor allem wilde Jungs in der siebten Klasse, worauf sie eigentlich hinaus wollte. Sie hatte vorsichtig versucht, Tobias auszufragen, ging es ihm gut, wie sah es bei ihm zu Hause aus, aber Tobias hatte nicht darüber sprechen wollen. Sie hatte es trotzdem in seinem Blick gesehen. Nicht alles war so, wie es sein sollte und es konnte sein, dass andere Lehrer lieber wegschauten, sich nicht einmischen wollten, privatsphäre und überhaupt, aber Emilie Isachsen war nicht so. Jetzt war er schon seit einer Woche nicht mehr in der Schule gewesen. Sie hatte bei ihm zu Hause angerufen, aber da meldete sich niemand. Sie hatte herumgefragt und erfahren, dass auch sein Bruder nicht zur Schule gekommen war. Sie hatte sich beim Jugendamt erkundigt, ohne Namen zu nennen, hatte sich nur durchgefragt, was war üblich in solchen Fällen, wie verhielt man sich? Sie hatte eher vage Auskünfte erhalten, niemand hatte ihr konkret gesagt, was sie tun konnte, wenn es keine Beweise gab. Man musste vorsichtig auftreten. Emilie Isachsen hatte das alles schon oft gehört, aber sie wollte sich nicht aufhalten lassen. Was konnte sie schon falsch machen? Sie wollte ihm doch nur die Hausaufgaben bringen, kurz mit der Mutter reden, vielleicht einen Termin für ein Elterngespräch vereinbaren. Sie könnten auch bei Tobias zu Hause darüber reden, wenn die Mutter nicht so leicht aus dem Haus kam. Unorthodox vielleicht ja, aber sie hatte beschlossen, dass es nicht schaden könnte. Sie würde höflich sein, sie würde niemandem Vorwürfe machen, sie wollte ja nur helfen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war alles in Ordnung. Vielleicht waren sie in die Ferien gefahren, ohne die Jungen in der Schule beurlauben zu lassen. Vielleicht waren beide Jungen krank, in der Schule war eine Frühjahrsgrippe umgegangen, Lehrer und Schüler waren erkrankt. Es konnte viele Gründe geben. Sie fuhr den gamle Ringkolwei hoch, bis sie die richtige Adresse gefunden hatte, wobei. Adresse, nicht ganz richtig war. Es war eine Abfahrt, die weiter in den Wald führte. Ein Briefkasten unten an der Straße mit dem Namen Iverson Frank. Sie beschloss dort zu parken und ging das letzte Stück zu Fuß. Das Haus war rot und klein, umgeben von ein paar Schuppen. Vor langer Zeit war es vielleicht eine behagliche Kleinbauernstelle gewesen. Jetzt sah es eher aus wie ein Schrottplatz. Mehrere Autowracks standen auf dem Grundstück und an mehreren Stellen lagen Haufen von ja, sie würde es Abfall nennen. Sie ging zur Haustür und klopfte an. Alles blieb still. Sie klopfte noch einmal, dann hörte sie leise Schritte. Die Tür wurde geöffnet, und ein schmutziges kleines Gesicht tauchte auf. Hallo? fragte der kleine Junge. Hallo, sagte Emilie und bückte sich, um ihn nicht zu sehr zu überragen. Bist du Torben? Der kleine Junge nickte. Er hatte Marmeladenreste im Gesicht und seine Hände waren schmutzig. Ich bin Emilie. Ich bin die Lehrerin von Tobias. Du hast vielleicht schon von mir gehört. Wieder nickte der Junge. Der mag dich, sagte Torben und kratzte sich am Kopf. Das ist aber schön. Ich wollte nur fragen, wo Tobias ist. Ist er zu Hause? Nein, sagte der kleine Junge. Ist denn deine Mama zu Hause oder dein Stiefvater? Nein sagte der junge wieder bist du allein zu hause der junge nickte es ist nichts mehr zu essen da sagte er traurig wie lange bist du denn schon allein zu hause ich weiß nicht wie viele nächte waren das wie oft war es dunkel der kleine junge überlegte hm sechs oder sieben mal sagte er dann emilie isachsen wurde wütend beherrschte sich aber hast du eine ahnung wo tobias sein kann der kleine Junge nickte. Der ist bei den Christenmädchen. Wo ist das? Oben im Wald beim Littchen. Wir schießen da oben immer Büffel, das kann ich richtig gut. Wie schön, das ist sicher lustig. Woher weißt du denn, dass er da ist? Er hat einen Zettel geschrieben und an unsere geheime Stelle gelegt. Ihr habt eine geheime Stelle? Der Junge lächelte. Ja, die kennen nur wir. Sehr gut. Darf ich den Zettel denn mal sehen? Sicher. Möchtest du reinkommen? Emilie überlegte, das hier durfte sie nicht. Sie durfte nicht ohne Erlaubnis ein fremdes Haus betreten. Sie schaute sich um. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen. Der kleine Junge war seit fast einer Woche allein und hatte nichts zu essen. Das musste ja wohl reichen. Ja gern, sagte Emilie Isachsen, lächelte und folgte dem kleinen Jungen ins Haus. Holger Munk stand vor dem Zimmer seiner Mutter im Pflegeheim und konnte kaum noch klar sehen. Es war alles zu viel gewesen in letzter Zeit, viel zu viel. Die Drohungen gegen Marion, die Wohnung, in der die beiden sich verstecken mussten. Sie hatten Marlins Stolz gefunden. Sie hatten Marlins Stolz verloren. Mickelson hatte andauernd angerufen. Er hatte keinen Anruf beantwortet. Holger Munk ließ sich in einen Sessel sinken und streckte die Beine aus. Er nahm plötzlich einen unangenehmen Geruch wahr und stellte verwundert fest, dass der von ihm selbst stammte. Er hatte in seinem Schreibtischsessel ein paar Stunden geschlafen, hatte es nicht geschafft, sich umzuziehen. Er rieb sich das Gesicht und konnte die Augen nur mit Mühe offen halten. Zum Glück konnte er die Mutter in diesem Heim wohnen lassen. Hier konnte in kurzer Zeit ein Arzt da sein. Die Mutter hatte nicht einmal ihr Zimmer verlassen müssen. Es ging ihr soweit gut. Es war nicht so ernst gewesen, wie es im ersten Moment ausgesehen hatte. Glücklicherweise. Holger Munk fischte sein Telefon aus der Tasche und rief Miriam an, die aber nicht antwortete. Er schüttelte den Kopf und machte noch einen Versuch mit demselben Ergebnis. Typisch, dieses eigensinnige Mädchen. Er schickte ihr eine SMS und bat um Rückruf, dann steckte er das Telefon wieder in die Manteltasche. Auf dem Flur war es warm, das Atmen fiel ihm schwer. Er müsste den Daffelkot ausziehen, aber er roch ja nicht gut. Er stand auf und ging auf die Toilette, hielt den Kopf unter den Wasserhahn und trank. Er sah sein Spiegelbild, und das gefiel ihm überhaupt nicht. Er sah entsetzlich müde aus. Marlins Dolls Wohnung war mit Spiegeln gepflastert, von der Decke bis zum Boden. So etwas hatte er noch nie gesehen. Wer konnte so wohnen? Ihm war schwer gefallen, auch nur fünf Minuten dort zu verbringen. Marlin, Miriam, Marion, Mickelson, Munk, so viele Ems. Er versuchte für einen Moment mir zu sein. Nur Ems? Konnte das etwas bedeuten? So ein Unsinn. Vielleicht hatte Mickelson ja doch recht. Vielleicht sollte er den Fall abgeben, andere übernehmen lassen. Sein Kopf funktionierte nicht so, wie er sollte. Es gefiel ihm nicht, aber sie hatte sie im Griff. Marlins Stolz. Wenn das ihr wirklicher Name war. Sie hatte sie an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen im Privatleben. Hatte sie aus der Bahn geworfen. Hatte ihn aus der Bahn geworfen. Er konnte nicht mehr klar denken und zwischen Gefühl und Vernunft nicht mehr unterscheiden. Er überlegte, ob er auf der Treppe eine rauchen sollte, nahm sich aber lieber einen Fisherman's Friend. Vier tote Mädchen und seine ganze Familie war unter Druck gesetzt. Sie hatten jetzt immerhin eine Verdächtige und kein weiteres Mädchen war verschwunden. Bald ist das alles vorbei, dachte er und ließ sich im Sessel zurücksinken. Wir finden sie und dann ist es vorbei. Ihm fielen die Augen zu, ohne dass er es bemerkte. Er schreckte hoch, als die Tür aufging und der Arzt herauskam, zusammen mit Karen, die ihn verständigt hatte. Munk stand abrupt auf. Wie geht es ihr? Es geht ihr gut, sagte der Arzt. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich konnte keinerlei Anzeichen für eine Schwäche entdecken. Sie war nur ein bisschen müde. Vielleicht hat sie sich im Bett zu schnell aufgesetzt. Es kann viele Erklärungen geben. Aber es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Es geht ihr sehr gut. Munk atmete erleichtert auf. »Darf ich zu ihr? Ich habe ihr etwas zum Schlafen gegeben. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Vielleicht heute Nachmittag, okay?« »Danke.« Munk nickte und gab dem Arzt die Hand. »Und wer hat sonst noch Beschwerden?«, fragte der Arzt an Karen gewandt. »Torkel Binde«, sagte Karen, »klagt über seine Medikamente. Er wohnt am Ende des Ganges. Ich bringe sie hin.« Karen lächelte Munk freundlich an und begleitete den Arzt über den Flur. Munk hastete ins Freie. Er nahm sich eine Zigarette und rief Gabriel Mörk an. Ja? Hier Holger, wo bist du? Oben im Pflegeheim musste mich um eine Privatangelegenheit kümmern. Wie weit sind wir? Haben den Film in Sarah Kieses Laptop gefunden. Der ist leicht beschädigt, vor allem was den Ton angeht, aber ich habe einen Kumpel, der sich mit sowas auskennt. Darf ich den hinzuziehen? Klar doch, sagte Munk. Ich sag ihm sofort Bescheid, sagte Gabriel. Munk beendete das Gespräch und rief mir an. Sie meldete sich nicht. Er versuchte es noch einmal, aber sie antwortete noch immer nicht. Was ist bloß in diese verdammten Mädels gefahren, dachte er, und schickte auch ihr eine SMS. Ruf an. Er wählte die Nummer von Ludwig, wenigstens der meldete sich. Ja. Munk hier, kannst du mir einen Gefallen tun? Natürlich. Kannst du jemanden zur Wohnung in Frongner schicken und Miriam und Marion ein paar Sachen bringen lassen? W wird erledigt, was, was, brauchen sie denn? Ich schick euch eine SMS mit der Liste. Schick jemanden, auf den du dich verlassen kannst, ja? Geht klar, antwortete Ludwig. Ja, und du, ja? für einen Moment Vergasmung, was er sagen wollte, rieb sich die Augen. Er musste sich jetzt ausruhen, das hier war nicht mehr zu verantworten. Also, was wissen wir über Marlins Stolz? Noch immer verschwunden, sonst nichts. Nicht auf Gardemon oder in Oslo S gesichtet. Naja, du weißt schon, sollen wir da immer noch Leute postieren? Munk dachte an das, was Mia gesagt hatte, dass Marlins Stolz nicht fliehen würde, dass sie nach Hause wollte. Eine Wohnung voller Spiegel. Er hatte eine Gänsehaut, wollte das zwar nicht zugeben, aber gerade das mit den Spiegeln hatte ihn nicht unbeeindruckt gelassen. Ja, wir blasen die Sache ab. Machst du das? Okay, sagte Ludwig. Habt ihr die Leute aus der Gemeinde schon zur Fahndung rausgegeben? Ist erledigt, sagte Ludwig. Schön. Munk legte auf, warf seine Zigarette weg und wollte sich eine neue anstecken, als Karen aus dem Haus kam. Alles in Ordnung bei dir, Holger? Die rotblonde Frau musterte ihn besorgt. Hallo Karen. Ja, sicher. Ich finde, du siehst nicht so gut aus. Oder ja, versteh das nicht falsch, aber müsstest du dich nicht mal ein bisschen ausruhen? Sie kam zu ihm herunter auf den Parkplatz, trat ganz nah an ihn heran, er roch ihr Parfum, ihn überkam ein seltsames Gefühl, er konnte es nicht so richtig einordnen, dann begriff er, was es war. Er war ihr wichtig, sie kümmerte sich um ihn, das war ihm schon lange nicht mehr passiert normalerweise war er es holger munk der sich um alle anderen kümmerte hast du's eilig fragte karen habe ich doch immer munk grinste und hüstelte du kannst dir nicht mal eine stunde freischaufeln wie meinst du das komm sagte karen und packte ihn am ärmel seines daffelcoats wohin denn psst sagte karen sie zog ihn die treppe hoch ins pflegeheim einen flur entlang und in ein unbewohntes zimmer ich habe keine zeit dafür sagte munk aber karen legte ihren finger an die lippen siehst du das bett da sie zeigte auf ein frisch bezogenes bett unter dem fenster munk nickte und die tür da munk nickte wieder ich schlage vor du duschst jetzt erst einmal und legst dich schlafen ich wecke dich in einer stunde hier wird dich niemand stören nein ich um ganz ehrlich zu sein Kannst du beides gut brauchen, sagte Karen und rümpfte die Nase. Im Badezimmer liegen Handtücher, fügte sie hinzu. Eine Stunde, ja? Die freundliche Pflegerin umarmte ihn und verschwand augenzwinkernd aus dem Zimmer. Ein Stündchen aufs Ohr legen. Das würde schon nicht schaden. Gut für den Kopf, gut für den Leib. Gut für alle. Munk teilte Ludwig kurz mit, was Miriam und Marion in der Wohnung brauchten, schenkte sich die Dusche, fiel angezogen aufs Bett, und schloss die Augen. Als Marion Munk aufwachte, wusste sie nicht, wo sie war. Normalerweise wurde sie zu Hause wach, aber die letzten Tage war das nicht so gewesen, da war sie immer an anderen Orten aufgewacht, in einer kleinen Wohnung, in einer großen Wohnung, jetzt war sie schon wieder woanders. Mama? fragte sie leise, aber es kam keine Antwort. Sie setzte sich im Bett auf und schaute sich um. Das Zimmer war eigentlich schön, es war ganz bestimmt ein Kinderzimmer, das konnte sie sehen. Die anderen Wohnungen waren nur für Erwachsene gewesen, kein Spielzeug und keine Kindersachen. Mama, sagte sie noch einmal, stand auf und begann, das Zimmer zu erkunden. Die Wände hier waren weiß, sehr weiß, so weiß, dass sie sich am liebsten die Hand über die Augen halten würde, und das Zimmer hatte keine Fenster. Marion tat das Mädchen, das hier wohnte, ein bisschen leid. Keine Fenster, das war doch bestimmt langweilig. In ihrem Zimmer an Sagene konnte sie ganz schön viel durch das Fenster sehen. Autos und komische Menschen und alles Mögliche. Die, die hier wohnte, konnte gar nichts sehen. Komisch war auch, dass es keine Tür gab. In einer Ecke stand ein Schreibtisch, und auf dem Schreibtisch stand eine Lampe. Daneben lagen ein Block und Zeichensachen, Mama hatte ihr so einen Schreibtisch versprochen, wenn sie in die Schule kam, und das war ja bald. Es war, ja, also jedenfalls nicht mehr lange. An der Wand hingen kleine Plakate mit Buchstaben. Auf dem einen stand ein A, und daneben war das Bild eines Affen. Auf dem anderen stand ein B, und daneben war eine Banane. Den nächsten Buchstaben konnte sie nicht. Doch, C. Jetzt fiel es ihr wieder ein, und sie erkannte die Limo auf dem Bild, die Mama nicht leiden konnte, die Opa sie aber trinken ließ. Cola. Sie konnte nicht viel lesen, nur wenig. Einige Wörter konnte sie: Eis, Sonne, Auto, Ball. Mama hatte ihr auch ein ABC-Lied beigebracht. Das war lustig, und man konnte damit die Buchstaben lernen. Das Alphabet, sie wusste, wie das hieß. Mama fand es sehr wichtig, dass sie lesen lernte, und das wollte sie ja auch. Aber sie hatte sich überlegt, was die Lehrerin wohl sagen würde, wenn sie in die Schule kam und schon lesen könnte. Dann hätte die Lehrerin ja nichts mehr zu lehren. Und dann wäre sie vielleicht traurig. Und da war es doch besser, wenn sie wartete. Oder nicht? Schwimmen konnte sie. Das konnten nicht viele. Und sie konnte fast schon ohne Stützräder Rad fahren. Sie kannte sonst kein anderes Mädchen, das da schon konnte. Sie konnte doch nicht alles auf einmal lernen. Erst jetzt merkte Marion, dass sie nicht ihre eigenen Kleider anhatte. Das war doch wirklich komisch. Sie hatte doch das hellblaue Nachthemd getragen, das mit dem Loch, das Mama wegwerfen wollte, was Marion aber nicht erlaubte. Sie steckte gern den Finger in das Loch, spürte den Stoff um den Finger, dann war das Einschlafen leichter, jetzt wo sie nicht mehr am Daumen lutschte und, und überhaupt. Anfangs war das komisch gewesen. Sie hatte ihren Daumen so sehr vermisst, hatte Mama und Papa einige Male an der Nase herumgeführt und doch ein bisschen gelutscht. Aber dann hatte Christian im Kindergarten gesagt, dass nur Babys am Daumen lutschten, und da hatte sie aufgehört, schließlich war sie kein Baby mehr. Babys konnten ja wohl nicht schwimmen, kein Baby konnte schwimmen. Konnten vielleicht die anderen schwimmen? Nein, das konnten sie alle nicht. Aber das war vielleicht auch kein Wunder, denn die anderen waren allesamt nicht so oft im Töjenbad wie sie und Mama. Sie hatte da jedenfalls noch nie Bekannte getroffen. Sie schaute an sich hinunter und musste ein bisschen lachen. Es war fast wie vor einem Kostümfest. Sie hatten im Kindergarten ein Kostümfest gehabt. Sie hatte als Frankie Stein gehen wollen, aber Mama hatte das nicht erlaubt, und da war sie eben als Cowboy gegangen, als Cowboyin. Sie hatte auch an Prinzessin gedacht, aber sie hatte begriffen, dass es Mama wichtig fand, wenn Mädchen nicht nur Mädchensachen machten. Darüber redete sie jedenfalls viel mit Papa, über Abwasch und Staubsaugen und Klodeckel und so, das alles schien wichtig zu sein. Also war sie als Cowboy gegangen mit Pistole und Schnurrbart und allem. Das war schon in Ordnung, nicht perfekt, aber in Ordnung. Jetzt trug sie ein langes, altmodisches Kleid. Es war richtig schwer, sich darin zu bewegen, so unbequem war das. Und jetzt entdeckte sie die Puppen im Regal. Da oben saßen fünf Puppen und baumelten mit den Beinen. Keine neuen Puppen keine coolen, solche wie Draculaura, sondern solche altmodischen, mit harten weißen Gesichtern wie die Puppen bei Oma auf dem Dachboden. Einer hatte genau das gleiche Kleid wie sie, ein ganz weißes Kleid, mit vielem Kram darauf, Spatzen oder Spitzen oder wie das hieß. Marion kletterte auf das Bett und nahm die Puppe herunter. Die Puppe trug einen Zettel um den Hals. Marion wusste, was auf dem Zettel stand. Marion stand da, ihr Name, sie kannte ja wohl ihren Namen, sie konnte ihn lesen und schreiben, sie hatte ihn über dem Haken stehen, wo sie im Kindergarten ihre Jacke aufhängte. Sie sah zu den anderen Puppen hoch, die ebenfalls Kleider und Zettel um den Hals hatten. Sie kannte die Namen nicht. Doch, Johanne, den kannte sie, so hieß eine im Kindergarten. Ihr Haken war gleich neben Marions. Mama? fragte Marion wieder, diesmal etwas lauter keine Antwort vielleicht war sie auf dem klo marion merkte dass sie auch pipi machen musste wo war hier denn eigentlich das klo sie ging zu etwas das einer tür ähnelte aber das waren nur ein paar ritzen in der wand ohne klinke sie ließ ihre kleinen finger über die spalten wandern aber nichts ließ sich hier aufmachen mama sie musste jetzt richtig dringend aufs klo das musste sie eben war es nicht eigentlich komisch dass das mädchen das hier wohnte einen zettel mit marions namen hatte Vielleicht war sie sehr lieb. Vielleicht hatte sie gewusst, dass Marion kommen und eine Weile hier wohnen würde. Und deshalb hatte sie einen Zettel gemacht, um zu sagen, dass es schon in Ordnung war, dass sie das Zimmer auslieh, dass sie willkommen war, wie es bei den Nachbarn auf der Fußmatte stand. Willkommen! Du kannst gern malen und die Buchstaben lernen, wenn du willst. Sie musste jetzt furchtbar dringend Pippi machen. Mama! rief sie, so laut sie konnte. Ihre Stimme echote durch das Zimmer und knallte in ihre Ohren zurück. Nein, jetzt musste sie Pippi machen. Plötzlich passierte in der Wand etwas ein Summen, ein bisschen Knirschen, es wurde wieder still, und dann war das Geräusch wieder da, es wanderte nach unten immer näher, als ob jemand zwei Topfdeckel gegeneinander schlug. Das hatten sie im Kindergarten gemacht, als sie aus nichts ein Orchester zusammengestellt hatten, oder genauer gesagt aus Sachen, die sie im Kindergarten hatten. Marion starrte neugierig die Wand an, aus der das Geräusch kam. An der Wand gab es einen Knauf. Marion streckte die Hand aus, und zog daran. Es war eine Luke. Marion öffnete sie und zuckte zusammen, als sie sah, was darin war. Sie hatte Angst. Sie merkte, dass ihr so richtig komisch wurde. Da drin stand ein kleiner Affe, so einer zum Aufziehen. Dann schlug er zwei kleine Deckel gegeneinander. Neben dem Affen lag ein Zettel. Sie wartete, bis der Affe nicht mehr schlug. Dann schnappte sie sich den Zettel. Darauf standen sieben Buchstaben. Einer kam mehrmals vor. K. Das konnte sie. C. Das war der Buchstabe von Clara. Clara arbeitete im Kindergarten. Und U. Das konnte sie auch. Aber sie musste jetzt so schrecklich dringend Pippi machen. Sie kniff die Beine zusammen und versuchte zu lesen, was auf dem Zettel stand. Kuckuck. Sie begriff nicht, was das heißen sollte. Mama, ich muss Pippi machen. Jetzt konnte sie es nicht länger zurückhalten. Sie hob das unbequeme Kleid hoch. Darunter trug sie eine komische Unterhose, so eine ganz große. Sie schaute sich im Zimmer um. Da, unter dem Schreibtisch. Sie schob die riesige Unterhose nach unten, so schnell sie konnte, und setzte sich und machte in den Papierkorb Pippi. Mia Krüger ließ den Wagen stehen und ging das letzte Stück zur Kirche zu Fuß. Die Borrekirche. Das schöne weiße Steingebäude leuchtete ihr entgegen und machte sie nervös vier Beerdigungen in derselben Kirche, drei Steine auf demselben Friedhof. Sie war nicht sicher, ob sie diesem Wiedersehen gewachsen wäre. Deshalb hatte sie so lange gewartet. Und jetzt war jemand dort gewesen, hatte Sigrids Grab geschändet, und mir gezwungen herzukommen, ehe sie wirklich bereit dazu war. Mir hielt Ausschau nach dem Küster, der versprochen hatte, sie zu erwarten, aber sie konnte ihn nirgendwo entdecken. Deshalb ging sie zögernd und mit schweren Schritten zu den Gräbern. Sie hatte auf der Fahrt angehalten, hatte Blumen gekauft, hatte das Gefühl gehabt, nicht ohne kommen zu dürfen. Vom Duft der Blumen wurde ihr regelrecht schlecht. Blumen, ein Haus voller Blumen, Freunde und Nachbarn, die ihr Beileid aussprachen, das war alles, was ihr geblieben war. Drei Grabsteine und ein Haus voller Blumen. Sie hatte beide Häuser verkauft, das ihrer Eltern und das der Großmutter. Zwei wunderschöne weiße Häuser mitten in Osgottstrand, nicht weit von dem, in dem Edward Munk sich so oft aufgehalten hatte. Das Familienerbe. Aber sie hatte es nicht ertragen können, hatte die Häuser nicht haben wollen, hatte nur vergessen wollen. Sie kam an einem Wasserhahn vorbei, neben dem eine grüne Gießkanne stand. Sie schämte sich jetzt ein wenig. Drei Steine, vier Familienmitglieder, Sigrid, die Großmutter, die Eltern, ihre ganze Familie lag hier, und mir hatte sich kein einziges Mal um die Gräber gekümmert. Sigrid Krüger, Schwester, Freundin und Tochter, geboren 11. November 1979, gestorben 18. April 2002, zutiefst geliebt, zutiefst vermisst. Es war genau wie der Küster gesagt hatte, jemand hatte Sigrid's Namen gestrichen und stattdessen Mias hingeschrieben. Das war zu viel. Die grüne Kanne fiel ihr aus der Hand, sie sank auf die Knie und fing an zu weinen. Jetzt kam es, alles, alles, was sich in ihr aufgestaut hatte. Sie hatte schon lange nicht mehr geweint, hatte nicht gewagt, ihre tiefe Trauer zuzulassen. Sie lag auf den Knien, und die Tränen strömten ihr über die Wangen. Komm mir, komm. Sigrid. Liebe, schöne, wunderbare Sigrid, was half es, dass mir einen Junkie erschossen hatte? Nichts, es half nichts. Es hatte nur zu noch mehr Trauer geführt, zu weiteren Hinterbliebenen, zu noch mehr Finsternis. Sie hatte das nicht gewollt. Sie hatte ihn nicht erschießen wollen. Sie hatte wirklich nicht schießen wollen. Sie, sie hatte Strafe verdient. Sie verdiente es nicht zu leben. Das spürte sie jetzt. Sie hatte den Tod verdient. Sie hatte sich die ganze Zeit schuldig gefühlt, hatte dieses Gefühl nicht in Worte fassen können, aber jetzt kam es. Sie war schuldig, weil sie lebte. Sie musste bei ihrer Familie sein, dahin gehörte sie, zu Sigrid. Sie durfte nicht hier auf diesem verdammten Erdball sein, wo Niedertracht und Selbstsucht überhand genommen hatten. Es hatte keinen Sinn mehr zu kämpfen, verstehen zu wollen, etwas gut machen zu wollen. Die Welt war ein Müllhaufen, die Menschen verfaulten von innen. Sie hatte hier nichts zu suchen. Jemand hatte ihren Namen auf den Grabstein geschrieben. Hatte es jemand auf sie abgesehen? Wollte jemand ihren Tod? Sie hatte Feinde, natürlich. Keine Polizistin mit ihrem Ruf konnte ohne Feinde Karriere machen. Aber ihr fiel im Moment kein Feind ein. Es war scheußlich, ihren Namen auf einem Grabstein zu lesen. Aber die Wut darüber, dass jemand Sigrid's letzte Ruhestätte geschändet hatte, war viel stärker. Sie verfluchte diesen unsichtbaren Grabschänder, erhob sich und wischte sich die Tränen ab, entfernte Blätter und Zweige, stellte die Blumen in die Vase und versuchte, alles schöner zu machen. Sie pflügte mit den Fingern durch die Erde, damit der Boden nicht so trocken aussah. So war es besser. Sie ging zu der Stelle, wo die Gießkanne gestanden hatte und holte eine Harke, zog Lederjacke und Pullover aus, tunkte den Pulloverärmel in die Gießkanne und versuchte, ihren Namen vom Grabstein zu waschen, der wollte sich nicht entfernen lassen. Spraydose. Sie musste mit jemandem sprechen, die Schmierereien so schnell wie möglich entfernen lassen. Sie fand es schrecklich, dass der Name dort stand, und sie verhöhnte. Sie beide verhöhnte. Sie hakte die letzten alten Laubreste zusammen, während sie auf den Küster wartete. Sie hätte früher kommen müssen. Es war viel zu spät. Sie murmelte durch zusammengepresste Lippen. Entschuldige, Sigrid. Verzeih mir und versuchte einen neuen Tränenstrom zu unterdrücken. Hinter der Vase lag ein kleiner gelber Plastikbehälter, so einer wie in einem Überraschungsei steckt. Sie bückte sich und hob ihn auf, ging damit zum nächsten Mülleimer und warf ihn weg. Sie ging zum Grab zurück, hielt auf halbem Weg aber inne. Konnte das sein? Nein, das war nicht möglich. Sie machte wieder kehrt, ging zur Mülltonne zurück und fischte den Behälter heraus, Sie drehte den Deckel ab. Drinnen lag ein Zettel. Mit zitternden Fingern faltete Mia den Zettel auseinander. Kuckuck Mia. Du bist aber tüchtig. Allerdings nicht tüchtig genug, was? Du meinst, das sei das richtige Grab, aber das ist es nicht. Kannst du mich sehen, Mia? Kannst du mich jetzt sehen? Mir Krüger rannte so schnell sie konnte zum Auto und griff nach ihrem Telefon. Hundert Anrufe waren eingegangen, aber darauf konnte sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und rief Munks Nummer auf. Ludwig Gröni ging zum Luftschnappen auf Munks Rauchbalkon. Er ächzte und reckte sich. Er war müde, wollte sich aber nicht beklagen. Andere in der Einheit hatten in letzter Zeit fast doppelt so viel gearbeitet. Ludwig Gröni ging auf die 60 zu, und auch wenn niemand das laut sagte, stand es doch im Raum. Lange treue Dienste. Niemand sagte etwas, wenn er nicht mehr 23 Stunden pro Tag arbeitete. Aber es war nicht nur der physische Druck, der ihm zu schaffen machte, sondern vielmehr der mentale. Niemals Ruhe. Immer musste etwas erledigt werden. Solange ein Serienmörder auf freiem Fuß war, dürften sie sich eigentlich alle nicht ausruhen. Sein Telefon klingelte. Er warf einen Blick auf das Display und nahm den Anruf an. Grönli, sagte Ludwig und dreckte sich noch ein bisschen. Hallo Ludwig, hier ist Hjell. Hallo Hjell, hast du was gefunden? Hjell Martensen war einer von Ludwigs alten Kollegen. Sie hatten viele Jahre zusammengearbeitet, aber anders als Munk hatte Martensen sich freiwillig herunterstufen lassen. Oder, das war vielleicht die falsche Formulierung, er hatte beschlossen, alles gelassener anzugehen hatte sich eine Frau gesucht, hatte um Versetzung in den Polizeibezirk Ringerike gebeten. Der alte Kollege hatte eine gute Entscheidung getroffen, er klang entspannt und gut gelaunt. Ja, das kann man wohl sagen. Eine Selbsthilfegruppe für kinderlose Frauen? Ja, sagte der Kollege, oder Sie haben sich wohl Gesprächskreis genannt. Heidi engagiert sich im Bürgerbüro hier in Ringerike, und da hat sie mich auf die richtige Spur gebracht. Heidi war die Frau, die Martensen dazu gebracht hatte, die Stadt zu verlassen. Ludwig hatte selbst auch schon daran gedacht, dem Stress in der Hauptstadt Lebewohl zu sagen und sich eine Stelle in einem kleinen Ort zu suchen. Dazu war es nicht gekommen, und jetzt blieben ihm nicht mehr viele Jahre bis zur Pensionierung. Die gab es zwischen 2005 und 2007, und um diesen Zeitraum geht es dir doch wohl. Stimmt, Ludwig nickte. Hast du eine Namensliste oder sowas? Noch besser, ich glaube, ich kann von jeder ein Foto besorgen mit Namen und allem. Gute Arbeit, Hel, gute Arbeit, sagte Ludwig und ging zurück zu seinem Schreibtisch. Kannst du das faxen? Er bereute diese Frage sofort. Fax? Ludwig, lachte der Kollege. Hast du keinen Mail-Account? E Mail natürlich, e ich habe Mail gemeint. Ich lasse das hier einscannen und schicke es, sobald wir hier durch sind. Schön, Hel, gute Arbeit. Könnt ihr den Fall lösen? fragte sein Kollege jetzt ernster. Hier oben wird geredet, und die Leute haben Zweifel. Wir finden sie, sagte Ludwig und überlegte, ob er möglicherweise zu viel verraten hatte. Sie, Stolz, die von der wir das Foto erhalten haben, nach der gefahndet wird. Wir wissen es noch nicht, sagte Ludwig und dachte kurz nach. Ist sie auf einem der Fotos? Kann sein, ich habe die Bilder noch nicht gesehen. Heidi musste zum Bürgerbüro und sie holen und sie ist jetzt unterwegs hierher. Hallo Rune, ähm, funktioniert unser Scanner? Das letzte wurde am anderen Ende der Verbindung in den Raum hineingerufen. Der Kollege bekam eine Antwort und war wieder da. Wenn Heidi recht hat und das Bild findet, kriegst du es im Laufe des Tages, okay? Wunderbar, sagte Ludwig. Er hatte das Gespräch beendet, als Gabriel Mörk hereinschaute. Äh, hast du irgendwas von Munk oder Mia gehört? Hab eben mit Munk gesprochen, aber Mia geht nicht ans Telefon. Wieso? Äh, wollt ihr nur sagen, dass ich glaube, dass wir den Film im Laufe des Tages knacken können? Hab ihnen einem Kumpel geschickt, der weiß, wie man Lärm wegkriegt. Gut sagte Ludwig, und dann fiel ihm plötzlich ein, worum Munk ihn gebeten hatte. Du brauchst nicht zufällig mal frische Luft. Wieso denn das? Munks Tochter braucht irgendwelchen Kram in der Wohnung. Kannst du das erledigen? Klar doch, sagte der junge Mann. Was braucht sie denn? Moment mal, sagte Ludwig und sah sich die Liste an, die Munk ihm auf sein Telefon geschickt hatte. Emilie Isachsen traute ihren Augen nicht, als sie das kleine Haus betrat. Der Gang war dunkel und so voller Schrott, dass fast kein Durchkommen war. Essensreste, überquellende Aschenbecher, Müllsäcke, die niemand weggebracht hatte. Emilie konnte den Gestank nur mit Mühe aushalten, ohne sich die Nase zuzuhalten. Sie versuchte dennoch ein fröhliches Gesicht zu machen. Sie wollte dem kleinen Jungen nicht noch mehr zumuten, als er ohnehin schon durchgemacht hatte. Eine ganze Woche allein in dieser Müllhalde von Haus verbringen zu müssen, ohne Essen und ohne jemanden, der sich um ihn kümmerte, Emilie Isachsen war wütend, konnte aber ein Lächeln bewahren. Möchtest du die geheime Stelle sehen? fragte der kleine Torben. Er schien über diesen Besuch überglücklich zu sein. Er hatte völlig verunsichert ausgesehen, als er die Tür aufgemacht hatte, mit großen verweinten Augen. Aber jetzt hatte er sich ein wenig gefangen. Gern, sagte Emilie lächelnd und folgte dem kleinen Jungen die Treppe hoch in den ersten Stock. Der erste Stock war so schlimm wie das Erdgeschoss. Emilie konnte es nicht fassen. Das hier war zu viel für sie. Armut war das eine, aber das hier? Erst das Zimmer, in dem offenbar die beiden Jungen schliefen, sah ein wenig aus wie ein Zuhause. Es roch dort sauber und das Zimmer war hell und ordentlich. Wir verstecken Sachen in der Matratze. Es könnten doch Schurken kommen, sagte Torben verschwörerisch und kniete sich vor das Bett. Er öffnete den Reißverschluss an der Seite der dünnen Matratze und hob sie hoch. Ist da der Zettel von Tobias? fragte Emilie und zeigte darauf. Ja, nickte Torben eifrig. Kann ich den mal sehen? Klar doch. Er steckte eine schmutzige Hand in das Geheimfach und reichte ihr den Zettel. Ich gehe die Christenmädchen beobachten, bin bald wieder da. Tobias. Weißt du, wann er das geschrieben hat? Der kleine Junge überlegte. Mm, nein, aber das war sicher, bevor ich nach Hause gekommen bin, denn da lag er schon hier. Emilie konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Da hast du sicher recht. Wann bist du denn nach Hause gekommen? Nach dem Fußballspiel. Nach welchem Fußballspiel? Weißt du das noch? Liverpool gegen Norwich. Ich habe das bei Klaas gesehen, die haben allen Fußball im Fernsehen, nicht nur das norwegische Pokalendspiel, sondern jede Art Fußball. Klaas und ich halten zu Liverpool, die haben gewonnen. Am Samstag vielleicht? Vermutlich am Samstag, ja. Torben nickte und kratzte sich am Kopf. Der Junge war am ganzen Leib schmutzig und roch auch nicht gerade gut. Er brauchte ein Bad, saubere Kleidung, Essen, frische Bettwäsche. Heute war Freitag. Der Junge war seit Samstagabend allein zu Hause. Emilie saß unschlüssig im Kinderzimmer auf der Erde. Was sollte sie tun? Sie konnte den Jungen jedoch nicht allein lassen, sie konnte ihn aber auch nicht mit zu sich nach Hause nehmen. Was sollte sie tun? Willst du sehen, was wir noch an unserer geheimen Stelle haben? fragte Torben gespannt. Er schien Angst zu haben, sie könnte gleich wieder gehen, jetzt wo sie das bekommen hatte, weshalb sie gekommen war. Ja, das möchte ich gern. Ähm, aber du Torben, ja, Tobias war also nicht mehr zu Hause, seit du den Zettel gefunden hast. Nein, niemand war zu Hause. Und es hat auch niemand angerufen. Der Junge schüttelte den Kopf. Das Telefon funktioniert nicht. Es kommt kein Geräusch, wenn ich den Hörer abnehme. Und Handys kosten schrecklich viel. Hast du das gewusst? Emilie nickte und fuhr Torben liebevoll übers Haar. Die sind ganz schön teuer. Ja, und das will man ja auch nicht. Nein, das sagt Tobias auch. Wer sind die Christenmädchen? Das wissen wir nicht, wir raten bloß, antwortete der kleine Junge altklug. Einige meinen, dass die andere fressen, das stimmt aber nicht, und wir wissen, dass sie nicht auf unsere Schule gehen, sie haben ihre eigene. Emilie Isachsen wusste ungefähr so viel wie alle anderen über die neuen Waldbewohner, fast nichts. Sie hatten im Lehrerzimmer darüber gesprochen. Natürlich, vor allem Klatsch eigentlich. Keins der Kinder ging ja auf ihre Schule und da fiel das alles nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Er ist also am Samstag hingegangen und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen? Weiß nicht, ob er am Samstag gegangen ist. Liverpool hat drei zu null gewonnen. Luis Suarez hat einen Hattrick geschafft. Weißt du, was das ist? Warum haben nicht alle Fußball im Fernsehen? Hast du mir was zu essen mitgebracht? Ich esse schrecklich gern Pizza. Hast du Lust auf Pizza? Ja, total, sagte Torben lächelnd, aber erst musst du gucken. Okay, sagte Emilie. Das ist ein Stein, der vom Mond gefallen ist, sagte Torben und zeigte ihr einen schwarzen Stein mit einem Loch. Den haben wir, weil die ihn vielleicht zurückbrauchen. Und dann sind das zwei Fliegen mit einer Klappe, dann dann können sie das Loch im Mond zustopfen, und wir können sehen, wer da wohnt. Ist das nicht toll? Ja, super toll, sagte Emilie und nickte nun etwas ungeduldig. Tobias Iverson wurde seit sieben Tagen vermisst, ohne dass jemand das gemeldet hatte. Sie wagte nicht einmal daran zu denken, was dem Jungen, den sie im vergangenen Jahr so lieb gewonnen hatte, passiert sein mochte. Und das ist eine Geheiminformation für einen Polizisten, den Tobias und ich kennen. Den können wir anrufen, wann immer wir etwas brauchen und wenn wir in Oslo sind. Denn wir sind Helden. Hast du das gewusst? Ja, das habe ich gehört, sagte Emilie und strich Torben wieder übers Haar. Seine Haare waren schon richtig verfilzt. Er brauchte wirklich dringend ein Bad und etwas zu essen, und nicht zuletzt jemanden, mit dem er reden konnte. Die beiden Brüder hatten das zweite Opfer in dem schrecklichen Kindermordfall gefunden, der überall in den Medien präsent war. Am folgenden Tag hatte es eine Vollversammlung in der Turnhalle gegeben mit mehreren Psychologen, damit die Kinder mit ihnen über den Vorfall sprechen könnten, wenn sie das wollten. Er heißt Kim, da steht da, sagte Torben stolz. Er gab ihr die Visitenkarte und zeigte darauf. Gut, Torben, wirklich toll, wie gut du schon lesen kannst. Ja, sagte der Junge stolz. Emilie las, was auf der Karte stand. Kim Kolze, Mordkommission, Sondereinheit. Weißt du was, Torben? fragte Emilie und erhob sich. Nein? Ich finde, wir kaufen uns jetzt eine Pizza. Ja! Der kleine Junge strahlte über das ganze Gesicht. Aber zuerst finde ich, dusch du und ziehst dir etwas Sauberes an. Meinst du, du schaffst das allein oder soll ich dir helfen? Ha, natürlich schaffe ich das, sagte der kleine Junge und ging zu einem Schrank. Das sind meine Sachen, sagte er und zeigte auf die drei untersten Fächer. Perfekt, sagte Emilie lächelnd. Meinst du, du kannst dir das raussuchen, was du brauchst, und dann unter die Dusche gehen? Und danach können wir Pizza kaufen. Klar doch, sagte Torben, kniete sich vor den Schrank und suchte das heraus, was er für nötig hielt. Ich muss nur draußen schnell telefonieren, ist das in Ordnung? Du gehst aber nicht weg, oder? Der kleine Junge sah sie besorgt an. Nein, nein, sagte Emilie. Sicher? Ganz sicher, Torben. Wieder streichelte sie sein Haar. Du kannst doch allein duschen, oder? Kann ich, sagte Torben und lief aus dem Zimmer und ins Bad. Emilie wollte nicht wissen, wie es darin aussah. Sie konnte es im Haus jetzt fast nicht mehr aushalten. Sie war verzweifelt. Die beiden Brüder mussten so leben, ohne dass irgendwer sich um sie kümmerte. Sie wartete, bis sie hörte, dass im Badezimmer die Dusche aufgedreht wurde. Dann ging sie zum Telefonieren auf den Hofplatz. »Polizeibezug Ringerike?« »Ja, hallo, hier spricht Emilie Isachsen. Ich bin Lehrerin in Hönnefuss, und ich würde gern jemanden vermisst melden.« »Warten Sie bitte«, sagte die Stimme. »Ich stelle Sie durch.« Emilie wartete ungeduldig, während sie im System weitergereicht wurde. »Holm?« Emilie stellte sich ein weiteres Mal vor und erklärte, worum es ging. »Und wo sind die Eltern?«, fragte der Mann am Telefon. »Das weiß ich nicht. Ich habe den kleinen Bruder allein zu Hause vorgefunden.« und der Junge, um den es geht, Tobias, ja? Iwassen, Tobias Iverson. Wann ist er zuletzt gesehen worden? Das ist nicht ganz klar, aber er hat einen Zettel hinterlassen, der am Samstag gefunden wurde, dass er in den Wald gegangen sei, um, naja, da ist so eine religiöse Gruppe, die das alte Reha-Zentrum da oben gekauft hat. Sie haben vielleicht davon gehört. Die wollte er sich ansehen. Von denen habe ich gehört, sagte der Polizist. Er verstummte. Offenbar hatte er die Hand über die Sprechmuschel gelegt. Vielleicht beriet er sich mit einem Kollegen. Wir haben also einen Jungen, der Ihrer Ansicht nach verschwunden ist, und die Eltern sind auch verschwunden. Wollen Sie das sagen? Emilie merkte, dass er ihr nicht mehr so sympathisch war. Ja, das will ich sagen, sagte sie tonlos. Und woher wissen Sie, dass er nicht mit den Eltern zusammen ist? Das weiß ich nicht. Er kann also mit den Eltern zusammen sein. Nein, er ist doch oben im Wald. Behauptet wer? fragte die Stimme. Er hat seinem Bruder doch den Zettel geschrieben. Der Mann am Telefon stöhnte auf. Ich kann ja wohl niemanden vermisst melden, ohne dass, hören Sie, unterbrach Emilie ihn. Sie war jetzt wirklich mit ihrer Geduld am Ende. Ich bin hier mit einem sieben Jahre alten Jungen, der seit einer Woche allein zu Hause ist. Sein Bruder ist verschwunden, seine Eltern sind verschwunden und da behaupten Sie, Sie können nicht, Sie merkte, wie die Wut in ihr aufstieg, sie musste tief durchatmen, um weiterreden zu können. Nein, wir werden natürlich. Ich mache mir eine Notiz, dann werden wir morgen sehen, was wir tun können. Können Sie heute noch hier vorbeischauen, wäre das möglich? Morgen? rief Emilie. Wollen Sie einen Jungen, der seit einer Woche allein im Wald ist, noch eine Nacht dort verbringen lassen? Und wenn ihm was passiert ist? Ja, das ist klar, aber ich kann nicht so einfach. Ich meine, was, wenn die Eltern in Urlaub gefahren sind und den Jungen mitgenommen haben? Und den Siebenjährigen allein zu Hause gelassen haben? Wir haben schon Schlimmeres erlebt, sagte der Beamte. Ich notiere jetzt Ihre Nummer, dann sehe ich mir die Sache an. Und dann rufen wir sie zurück. In Ordnung? Tun Sie das, fochte Emilie. Sie nannte ihre Nummer und legte auf. Gabriel Mörk wartete auf dem Bürgersteig vor dem vornehmen Wohnblock in Frogna. Er war leicht genervt von Ludwig, weil der ihn hergeschickt hatte. Ihm war nicht klar gewesen, dass er vorher auf eine Einkaufsrunde geschickt werden würde. Ihm war zwar klar, dass er bei der Sondereinheit nicht ganz oben in der Hackordnung stand, er hatte ja gerade erst dort angefangen, aber als Botenjungen könnten sie sich wirklich einen anderen suchen. Er hatte im Moment Wichtigeres zu tun. Er schaute wieder am Haus hoch und drückte abermals auf die Türklingel. Noch immer keine Reaktion. Es war ein schönes Haus im besten Westend, große Fenster, und jede Wohnung hatte einen Balkon mit Parkblick. Er dachte an seine Freundin und das Baby, das sie erwartete. Er hatte sich anfangs solche Sorgen gemacht. Wo sollten sie wohnen? Womit sollten sie die Rechnungen bezahlen, wenn das Baby erst da wäre? Es gab so viele Anschaffungen. Er kam sich fast ein bisschen blöd vor, wenn er daran dachte, wie wenig er gewusst hatte. Eigentlich hatte er gar nichts gewusst. Darüber, wie es ist, wenn ein Kind kommt. Kinderbettchen und Wagen und, ja, es schien da keine Grenzen zu geben. So war es jetzt aber nicht mehr. Jetzt hatte er ja Arbeit, aus dem Nichts, noch dazu eine richtig coole Stelle. Er hätte nie gedacht, dass er das so sehen könnte. Die Polizei war irgendwie, naja, der Feind, um das mal ganz offen zu sagen. Für die anderen Hacker, die er kannte, aber die hatten ja keine Ahnung, wovon sie redeten. Die kannten Mir Krüger nicht oder Holger Munk oder Curry oder Annette oder Ludwig oder Kim und alle anderen. Sie wussten nicht, wie es war, Kollegen zu haben und zur Arbeit zu kommen, dazu zu gehören, wie es war, wenn die anderen lachten und Hallo sagten. Und zu wissen, dass man zum Team gehörte und dass sie einen mochten und das schätzten, was man machte. Er kam sich gewissermaßen als Insider bei den Nachrichten vor. Er hatte die Nachrichten noch nie besonders wichtig genommen. Bisher nicht. Aber es war etwas ganz anderes, wenn sie von seiner eigenen Arbeit handelten. Die Ausrüstung, die die Tech-Jungs aus Grönland mitgebracht hatten, war ebenfalls hervorragend. Nie im Leben hätte er sich so etwas selbst leisten können. Er war sich in den ersten Tagen ein bisschen wie ein Kind am Heiligen Abend vorgekommen. Er klingelte noch einmal und dachte wieder an die nötigen Anschaffungen und wo sie wohnen könnten. Diese Gegend hier konnten sie sich natürlich nicht leisten. Aber vielleicht eine schöne Wohnung auf der anderen Seite der Stadt. Sicher nichts mit Garten oder so. Aber er merkte, dass er sich freute. Eigenes Türschild natürlich. Hier wohnen Gabriel und Tove. Und ja, über den Namen für das Baby hatten sie noch nicht gesprochen. Er wollte gerade wieder klingen, als die Tür aufging und eine alte Dame das Haus verließ. Er lächelte sie höflich an, hielt ihr die Tür auf und schlüpfte ins Haus. Er trug seine Einkäufe die Treppe in den zweiten Stock hoch. Ludwig hatte gesagt, es sei die letzte Wohnung im Gang. Er wollte klingeln, sah dann aber, dass die Tür einen Spalt breit offen stand. Hallo? rief er vorsichtig. Ist da jemand? Keine Antwort. Hallo? rief er wieder und schob die Tür vorsichtig auf. Er ging mit seinen Tüten in die Diele. Hallo, Holger Munk hat mich geschickt. Und dann entdeckte er sie. Was zum Teufel? Er ließ die Tüten fallen, wählte die 112 und kniete sich neben die Frau. Mia Krüger fuhr viel schneller als erlaubt, aber sie musste es darauf ankommen lassen. Sie hatte sich geirrt, so war das nämlich. Munk war der Irrtum. Es ging hier nicht um Holger, sondern um sie. Sie fluchte leise und überholte einen LKW. Konnte das Auto gerade noch auf ihre Fahrbahn reißen, ehe die entgegenkommenden Fahrzeuge sie erreichten? Sie hörte, wie der LKW wütend hinter ihr hubte, als sie noch wütender auf das Gaspedal trat. Nicht der richtige Munk, nicht Holger, sondern Edward Munk. Osgoods Es ging um sie, Mia Krüger. Sie war die Zielscheibe, nicht Holger. Sie schämte sich. Sie hatte sich geirrt. Verdammte Pest! Warum ging Munk nicht ans Telefon? Sie überholte abermals diesmal ein Wohnmobil, riss mit einer Hand das Lenkrad herum und kehrte auch diesmal nur um Haaresbreite auf die richtige Fahrbahn zurück. Sie presste sich das Telefon an die Wange, überlegte, ob sie den Polizeifunk benutzen sollte, verzichtete aber darauf. Man wusste nie, wer dort mithörte, und sie wollte nicht, dass irgendwer mitbekam, was sie zu sagen hatte. Gerade wollte sie Munk ein weiteres Mal anrufen, als ihr Telefon klingelte. Es war Gabriel. Wo bist du? Fragte Gabriel. Auf dem Weg in die Stadt. Wo steckt Munk? Weiß der Geier, sagte Gabriel. Er meldet sich nicht. Doch verdammte Kacke, Mia! Hörte sie, dass er total außer sich war. Was ist los? Marion ist verschwunden. Was? Verdammt, echt? Der junge Mann geriet jetzt leicht ins Stottern. Ich sollte ein paar Sachen in die Wohnung bringen und, und da habe ich sie auf dem Boden gefunden. Wen? Seine Tochter? Miriam? Ja. Verdammt Scheiße, verdammte Scheiße. Ist sie verletzt? Mir fuhr wieder auf die Gegenfahrbahn, überholte drei Autos und riss abermals das Lenkrad herum. Sie atmet, aber sie schläft. Narkose. Sie hatte doch verdammt nochmal gesagt, vor der Wohnung müsse rund um die Uhr ein Kollege Wache schieben. Und keine Spur von Marion? Nichts, sagte Gabriel. Hast du Holgers Telefon orten lassen? Als ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, war er unterwegs ins Pflegeheim. Der Zustand seiner Mutter hatte sich plötzlich verschlechtert. Seiner Mutter? fragte Gabriel. Äh, vergiss das jetzt. Ich muss ihn sofort erreichen. Ich bin nicht im Büro, sagte Gabriel. Ich bin in Frongner. Mach, dass du ins Büro kommst, sagte Mia und hubte einen Mopedfahrer an, der im Schneckentempo vor ihr herfuhr. Wir, ja, weg. Ich hab nichts verstanden, sagte Mia. Nochmal. Sie konnte endlich den Mopedfahrer überholen und wieder Gas geben. Wir arbeiten gerade an dem Film, um den Lärm wegzukriegen, sagte Gabriel. Gut, wann können wir den haben? So wie er fertig ist. Ja, aber wann? Sie war jetzt irritiert, riss sich aber zusammen. Der Junge konnte nichts dafür. Er hatte gute Arbeit geleistet. Ich weiß nicht genau, sagte Gabriel. Mach, dass du ins Büro kommst und ruf mich von dort aus an. Sie legte auf und wählte Ludwigs Nummer. Wo hast du denn gesteckt? fragte der Kollege. Hier ist die Hölle los. Hast du das schon gehört? Ja, hab ich. Wo ist Holger? Keine Ahnung. Er geht nicht ans Telefon. Bist du weit weg? 20 Minuten, halbe Stunde, sagte Mia. Verdammt. Ja, also, oh, verdammt. Daran konnte es kaum Zweifel geben. Sie hatten Marion in ein sicheres Versteck gebracht, aber jetzt war sie verschwunden. Sie beendete die Verbindung und wählte die Nummer der Auskunft. Es regnete jetzt, die Tropfen prasselten gegen die Windschutzscheibe und machten die Sicht immer schlechter. Mir schaltete die Scheibenwischer fast auf volle Kraft ein, ohne den Druck auf das Gaspedal zu lockern. »Auskunft 1881, können Sie mich mit dem Pflegeheim Höwigwey verbinden?« soll ich Ihnen die Nummer nennen? Nein, zum Teufel, stellen Sie mich durch! fauchte Mia und trat auf die Bremse, als sie sah, dass sie sich dem Straßenrand gefährlich dicht genähert hatte. Es dauerte unendlich lange, bis jemand antwortete. Pflegeheim höwigweih Sie sprechen mit Birgitte? Ja, hallo, hier ist Mia Krüger. Sie wissen nicht zufällig, ob Holger Munk bei Ihnen ist? Er war vor einer Weile noch hier, sagte die Stimme. Und ist er noch immer da? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Verdammte Pest! Ist Karen da? Ja, Karen ist da. Ein Moment! Eine Million Sekunden verging. Mia hätte am liebsten ins Telefon gebrüllt. Sie musste die Scheibenwischer noch weiter hochdrehen, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Noch eine Million Sekunden verging. Dann hörte sie endlich Karens Stimme. Ja, hier ist Karen. Hallo Karen, hier ist Mia Krüger. Hallo Mia. Nett, dass Sie anrufen. Ja, haben Sie Holger heute gesehen? Ja. Der war vorhin hier. Es ging seiner Mutter nicht so gut, aber zum Glück war es nichts Ernstes. Der Arzt hat ihr etwas zum Schlafen gegeben und, ja, okay, schön, fiel mir ihr ins Wort. Aber ist er noch da? Nein, er, er ist gefahren. Wissen Sie wohin? Nein, das weiß ich nicht. Er, er war total erschöpft. Ich habe ihm gesagt, dass, mir fluchte innerlich, dafür hatte sie keine Zeit. Dann hab ich ihn nach einer Stunde geweckt. Er sah ja noch immer nicht besonders gut aus, aber, aber Sie wissen nicht wohin er gefahren ist? Nein, es kam ein Anruf, und dann ist er losgestürzt, hat sich nicht mal verabschiedet, sagte Karen. Okay, sagte Mia. Danke. Übrigens, sagte Karen, als Mia gerade auflegen wollte. Ja? Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist, aber Ihr Wagen steht hier. Welcher Wagen? Der von Marlin. Marlins Stolz. Ihr Wagen steht hier. Es regnete jetzt so heftig, dass Mia langsamer fahren musste. Die Tropfen donnerten gegen die Fensterscheibe wie Hagel. Sie sah, wie die Autos vor ihr bremsten. Die roten Lichter leuchteten sie durch die Windschutzscheibe an. Sie ging vom Gas und atmete durch. Holger war angerufen worden. Von wem? Jemand hatte ihn angerufen, und er war davongestürzt. Holger stürzte nie davon. Er hatte sich nicht einmal verabschiedet. War davongestürzt. Wer in aller Welt hatte Holger Munk dazu bringen können? Der Täter. Natürlich. Marion war verschwunden, der Täter hatte Holger angerufen, Holger seinerseits hatte jemanden aus dem Team angerufen, war losgestürzt, ohne sich zu verabschieden. Marion, für jemand anderen hätte er das nie getan. Sind Sie noch da, Mir? Sorry, Karen, was haben Sie gesagt? Nein, es ist sicher nicht wichtig, wir können später noch darüber reden. Doch, was haben Sie gesagt? Ihr Auto? Ja, das steht hier in der Tiefgarage. Ich weiß ja nicht, ob das etwas zu bedeuten hat, aber was ist das für ein Auto? Ein weißer Citroën, ein weißer Citroën. Mia schaute aus dem Fenster, versuchte sich zu orientieren. »Sleependen.« sie war nicht weit weg. Ich komme vorbei, sagte sie. Ist es abgeschlossen? Ich weiß nicht, sagte Karen. Aber vielleicht hängt der Schlüssel im Schrank im Personalzimmer. Sie ist ein bisschen zerstreut, verliert oft etwas. Ich weiß noch, dass sie erwähnt hat, wie Danke, Karen. Unterbrach Mia sie. Können Sie mal nachsehen, ob der Schlüssel da ist? Ich bin gleich bei Ihnen, okay? Sie legte auf und rief Annette an. Annette? Hallo, Mia hier. Ach, da bist du ja. Wo hast du denn gesteckt? Strand. Munk hat dich nicht zufällig angerufen? Nein, du weißt es schon? Ja, scheiße. Ja, verdammt. Mikkelson ist hier, dreht gerade durch. Mia merkte, dass es ihr jetzt scheißegal war, wie es um Mickelsons Gemütsruhe bestellt war. Wer leitet denn jetzt die Aktion? fragte sie und hielt nach der Ausfahrtausschau. Mickelson, sagte Annette. Aber der hat doch verdammt nochmal keine Ahnung, Annette. Du musst die Leitung übernehmen. Was soll ich denn machen? Wo bist du jetzt überhaupt? Bald in Höwig. Wir haben das Auto von der Stolz gefunden. Gibt es was Neues über sie? Nein, nichts. Was soll ich tun? Schnapp dir Gabriel und holt die GPS Position aus diesem Scheißfilm, und er soll Munks Telefon orten. Ich glaube, der Täter hat ihn angerufen, und jetzt ist er auf dem Weg dahin. Okay sagte Annette. Sonst noch was? Wir müssen. Äh, Mir erreichte die Ausfahrt nach Höwig und bog ab. Der ärgste Regen ließ jetzt nach. Sie konnte immerhin sehen, wohin sie fuhr. Müssen? Mehr fiel ihr nicht ein. Ach, sorg einfach dafür, dass wir den Film so schnell wie möglich haben. Und kümmere dich um Ungs Telefon. Geht klar, sagte Annette. Ach, und Ludwig hat was für dich. Was denn? Ein Foto. Ein Gesprächskreis oben in Hönnefuss. Genial, sie hatte geraten und einen Treffer gelandet. Das soll er mir aufs Telefon schicken. Okay, aber nichts übers Stolz? Rein gar nichts. Na gut, ich komm dann bald. Ruf dich an, wenn das Auto etwas bringt. Mir legte auf und fuhr zum Pflegeheim hoch. Lukas saß in eine Decke gehüllt auf der Bank am Ufer. Er hatte seine Kleidung jetzt wieder an, aber die Wärme war noch immer nicht in seinen Körper zurückgekehrt. Pastor Simon hatte ihn unter Wasser gedrückt, er war fast ertrunken. Pastor Simon hatte gefragt, ob er den Teufel sehen könne, aber das konnte er nicht. Und da hatte der Pastor ihn unter Wasser gedrückt. Lukas war verwirrt. Pastor Simon hatte ihn zuerst unter Wasser gehalten und ihm dann eine Decke geholt. Er hatte im Wagen für sich trockene Kleider gehabt, und die Decke... Der Pastor hatte das geplant. Aber warum? Pastor Simon kehrte mit einem Proviantpaket und einer Thermoskanne vom Auto zurück. Er setzte sich neben Lukas auf die Bank, brote mit Ziegenkäse, er drehte den Deckel von der Thermoskanne und goss heißen Kakao in den Becher. Iß und trink, sagte der Pastor. Lukas trank einen Schluck Kakao und spürte die Wärme in seinem Hals. Er verzehrte langsam die belegten Brote, während der Pastor zusah. Der Pastor sagte kein Wort, er hatte die Hände gefaltet und musterte Lukas mit einem warmen, sanften Blick. Lukas merkte, dass er sich immer noch ein wenig fürchtete, aber er fühlte sich viel besser als vorhin noch. Der Pastor ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Normalerweise schaute er über Lukas Kopf hinweg, zum Himmel hoch oder in die Ferne. Jedenfalls sah er Lukas nicht direkt an, schaute ihm nicht in die Augen wie jetzt, Langsam kehrte die Wärme zurück in Lukas Körper, er versuchte den Blick des Pastors zu erwidern, aber das gelang ihm nur teilweise. Er verzehrte alle Brote und trank drei Becher Kakao, dann endlich begann der Pastor zu sprechen. Gott hat Jesus, seinen eingeborenen Sohn, auf die Erde geschickt, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen, sagte der Pastor. Die Menschen hätten Jesus retten können, aber sie haben sich für den Räuber Barabbas entschieden. Lukas nickte kurz. Was sagt uns das über die Menschen? fragte der Pastor. Lukas gab keine Antwort. Er wollte ja keine falsche Antwort geben und wieder unter Wasser landen. Er spürte, dass ihm noch immer die Panik im Leib steckte. Dass die Menschen ihr eigenes Bestes nicht kennen, sagte jetzt der Pastor. Man darf die Menschen nicht über sich selbst bestimmen lassen. Das verstehst du doch nicht wahr, Lukas. Lukas nickte. Darüber hatten sie schon häufiger gesprochen. Die Menschen waren dumm. Sie wußten nicht, was gut für sie war. Deshalb hatte Gott nur einige auserwählt, die in den Himmel kommen würden. Nur die, die etwas Besonderes waren, die Eingeweihten, die es begriffen hatten. Vierzig aus ihrer Gemeinde und einige wenige andere von anderen Orten, die sie später kennenlernen würden. Pastor Simon sah ihm ins Gesicht und nahm seine Hand. Ich bin Gott, sagte der Pastor. Lukas spürte, wie jetzt die Wärme in seinen Leib zurückkehrte. In ihm prickelte es wieder, stärker denn je, von den Zehen durch die Knöchel bis in die Oberschenkel, den Bauch, weiter zum Hals und jetzt prickelte es auch im Gesicht und in den Ohren. Ich bin Gott, sagte der Pastor. Und du, du bist mein Sohn. Lukas saß mit offenem Mund da. Du bist mein Sohn, Lukas. Du bist der neue Jesus. Lukas wäre fast ohnmächtig geworden. Der Pastor war Gott. Natürlich. So war das also. Deshalb. Wenn er in seinem Büro mit Gott sprach, dann, dann sprach er mit sich selbst. Der Pastor war Gott und er, Lukas, war Gottes Sohn. Vater, sagte Lukas ehrerbietig und verbeugte sich. Mein Sohn, sagte der Pastor und legte ihm die Hand auf den Kopf. Lukas spürte, wie sich die Wärme von Gottes Hand unter seiner Kopfhaut ausbreitete. Du hast die Prüfung bestanden, sagte der Pastor. Du hast dein Leben in meine Hände gelegt, und ich hoffe, dass du mir jetzt vertraust. Ich hätte dich umbringen können, aber das habe ich nicht getan. Denn du musst größere Aufgaben erfüllen, ehe wir heimkehren können. Heim? fragte Lukas zaghaft. In den Himmel, sagte der Pastor lächelnd. Bin ich wirklich der neue, der neue Jesus? stammelte Lukas. Der Pastor nickte. Vor siebenundzwanzig Jahren habe ich dich auf die Erde gesandt. Lukas traute seinen Ohren kaum. Natürlich, so war das also, deshalb hatte er keine Eltern gehabt. Und ich habe dich wiedergefunden, sagte Lukas und nickte ehrerbietig. Du hast mich wiedergefunden, sagte der Pastor lächelnd. Aber der erste Jesus hat Großes vollbracht, und was habe ich geleistet? fragte Lukas. Das kommt noch, sagte der Pastor. Heute. Heute? fragte Lukas gespannt. Wieder lächelte der Pastor und ging zum Auto hoch. Er brachte ein kleines Bündel mit und legte es vorsichtig auf die Bank. Äh, für mich? Mach es auf, sagte der Pastor. Lukas öffnete das Bündel mit zitternden Fingern. Er riss die Augen auf, als er den Inhalt sah. Eine Pistole? Der Pastor nickte. Was soll ich tun? Der Pastor beugte sich zu ihm vor und nahm seine Hand. Vorige Woche ist jemand ins Haus des Lichtes eingedrungen. Ein vom Teufel gesandter Knabe. Lukas spürte, wie die Wut in ihm aufstieg. Der Teufel hatte einen Jungen gesandt, um sie am Aufbruch zu hindern. Er wusste es. Der Pastor und Niels waren in letzter Zeit so still gewesen, aber zum Glück bin ich stärker als der Teufel, sagte der Pastor lächelnd. Ich verstehe ihn, aber er versteht mich nicht. Natürlich, dachte Lukas. Deus sic per diabolum, zu Gott durch den Teufel, den Teufel verstehen, ihn kennenlernen, das hatte der Pastor gemeint. Und wo ist der Knabe jetzt? Er ist im Luftschutzraum gefangen. Und was machen wir mit ihm? Du wirst ihn töten, sagte der Pastor. Luca schaute die Pistole an und nickte langsam. Es gibt nur ein kleines Problem. Was denn? Er hat Rackel gefangen. Meine Rackel. Der Teufel, schnaubte Lukas, du musst also vorsichtig sein, du musst den Jungen töten, aber Rackel darfst du nichts tun. Ich brauche meine Rackel im Himmel. Ich, ich werde mein Bestes tun. Lukas machte eine Verbeugung und küßte dem Pastor die Hand. Der Pastor erhob sich. Lukas wickelte die Pistole wieder ein und trug sie zum Auto hoch. Wenn wir in den Himmel kommen, kannst du deine eigene Rackel haben, sagte der Pastor. Ach. Auf jeden Fall, der Pastor nickte, du weißt, die Engelchen, die an den Bäumen gehangen haben. Die Mädchen, über die alle reden? Ja, der Pastor nickte, die werden uns da oben erwarten, und dann kannst du dir eine aussuchen. Ein eigenes Mädchen? Er wollte doch gar kein Mädchen, Gott reichte ihm, was sollte er mit einem kleinen Mädchen? Lukas verdrängte diesen Gedanken, wollte dem Pastor nichts sagen. Er schloss den Sicherheitsgurt ließ den Motor an und fuhr langsam den Waldweg zum Hof hinunter. Kim Kolzer saß ganz hinten im Besprechungsraum und hörte zu, wie alles zum Teufel ging. Nicht für ihn, sondern für Munk und Mia. Die beiden waren gar nicht da. Aber wenn sie da gewesen wären, hätten sie Mickelsons Fragen vielleicht beantworten können. Mia war den ganzen Tag nicht zu erreichen gewesen, aber jetzt hatte offenbar Annette mit ihr gesprochen. Sie war in Osgods gewesen und befand sich auf dem Rückweg. Von Munk hatte niemand etwas gehört. Kim Coulson seufzte und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. Er schaute zu Mickelson hinüber, der vor der Tafel auf und ab wanderte, die Stirn über der Brille gerunzelt und die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Wie ein Lehrer. Und sie waren die Schüler, die jetzt zusammengestaucht werden würden. Er schaute zu Curry hinüber, der mit den Lippen das Wort Bullshit formte und die Augen verdrehte. Kim musste wegsehen, um nicht zu lachen, aber er war genau der gleichen Meinung. Sie hatten verdammt viel zu tun. Niemand aus dem Team konnte stillsitzen. Sogar Ludwig, der bald in Pension gehen würde, rutschte wie ein unruhiges Kind auf dem Stuhl hin und her. Gabriel Mörk schien sich am unwohlsten zu fühlen. Er war aus seinem Büro geholt worden, wo er über Skype mit einem Kumpel gesprochen hatte, der gerade den Ton des Kiese-Films säuberte. Der Junge kippelte mit dem Stuhl hin und her und schien kurz vor einer Explosion zu stehen. Also, fragte Mickelson und schaute in die Runde. Sind alle da? Niemand antwortete. Wenn Mickelson der Lehrer war, waren das hier die unartigen Schüler, die aufgrund ihres mangelnden Respekts vor den Autoritäten in diese Klasse gesteckt worden waren. Das Zimmer war ein Minenfeld, die Gereiztheit machte die Luft zum Schneiden dick. Kann uns jemand auf den neuesten Stand bringen? Mickelson schob die Brille bis zur Nasenwurzel rauf und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Niemand sagte etwas. Der Klassenaufstand gegen den Lehrerstand ging weiter, kindisch, aber trotzdem. In diesen vier Wänden saßen einige der Kollegen, die Munk und Mia ganz besonders schätzten. Niemand hier hatte Lust, sie diskreditiert zu sehen. Wo steckt Holger Munk? fragte Mickelson. Wo steckt Mia Krüger? Endlich erhob sich Annette. Von Holger haben wir nichts gehört, sagte sie ruhig. Mit mir habe ich vorhin gesprochen. Status. Sie war auf dem Weg hierher, als ich mit ihr gesprochen habe. Und Munk? Von dem haben wir seit einer Weile nichts mehr gehört. Aber Mia hatte eine Theorie, sagte Annette. Das kann ich mir denken, gab Mickelson sarkastisch zurück, ohne bei der Versammlung auf besondere Resonanz zu stoßen. Und was besagt diese diese Theorie, dass Munk vom Täter angerufen worden ist? Sagte Annette, dass er sich allein mit dem Täter treffen soll und dass er zu diesem Treffen unterwegs ist. Aber alle Telefone werden doch abgehört. Haben wir einen Hinweis darauf, dass diese Theorie stimmt? Fragte Mickelson. Nein, sagte Gabriel mörk. Vom Telefon kam nichts dergleichen, ehe es ausgeschaltet wurde. Der Täter kann das auch auf andere Weise gemacht haben, oder nicht? fragte Ludwig Grönli vorsichtig. Wie meinst du das? fragte Mickelson zurück. Naja, ich weiß ja nicht. Er hat doch Mailzugang auf seinem Telefon, oder? Wir haben doch keinen Zugang zu allen privaten Mailadressen, Gmail und so, oder, oder wie? Grönli schaute Fragen zu Gabriel Mörk hinüber. Er wusste sehr gut, dass er einer anderen Generation von Polizisten angehörte und hoffte, hier keinen Patzer begangen zu haben. Alles, was wir tun, wird überwacht. Das will ich doch wohl nicht hoffen, sagte Curry sarkastisch. Einige von den anderen grinsten. Nein, dazu haben wir keinen Zugang, sagte Gabriel Murk. Also kann er eine Nachricht erhalten haben, sagte Annette, die ihn dazu gebracht hat, irgendwo allein hinzufahren. Mickelson seufzte. Und so machen wir das also. Er schaute in die Runde, weiterhin ohne die gewünschte Reaktion. So machen wir das? fragte er noch einmal diesmal etwas lauter. Nein, so nicht. Hier sind wir ein Team, ein Team. Wir haben keinen Platz für ein Mann einsetze. Hier sagen wir Bescheid und arbeiten zusammen. Kein Wunder, dass ihr mit dem Fall nicht weiterkommt. Wir sind schon ein ganzes Stück weit gekommen, sagte Ludwig und erhob sich. Kim konnte Gröni gut leiden. Er hatte genau das, was ihn für die Sondereinheit geeignet machte. Es war eigentlich seltsam, mehrere andere hatten der Einheit für kurze Zeit angehört, sich aber nicht einfügen können. Niemand konnte in Worte fassen, was dazu im Einzelnen zählte. Es hatte nichts mit den Fähigkeiten zu tun, nichts mit Alter, Herkunft oder Spezialgebiet. Es war einfach eine Art Chemie, ein gemeinsames, unausgesprochenes Verständnis. So machen wir das und so machen wir das nicht. Er hatte etliche überaus fähige Kollegen, die bei der Einheit gewesen waren, ohne sich dort zu Hause zu fühlen die Munks Visage nicht ertragen hatten, die Mia Krüger für die überschätzteste Ermittlerin aller Zeiten gehalten hatten. Kim arbeitete schon lange mit den beiden zusammen, und er konnte sich auf der ganzen Welt keinen anderen Posten vorstellen. Ludwig Grönli fasste ihre bisherigen Ergebnisse für Mickelson kurz zusammen. Marlins Stolz, die Wohnung vor der Spiegel, die Verbindung zwischen dem Pflegeheim und einer Selbsthilfegruppe für kinderlose Frauen in Hönnefuss. Der Kiesefilm, der ihnen möglicherweise bald hätte sagen können, wo Stolz Marion Munk gefangen hielt, wenn Mickelson sie nicht herzitiert hätte wie eine unartige Schulklasse. »Na gut, na gut«, sagte Mickelson und drückte abermals seine Brille zurecht. »Und wo stehen wir jetzt?« »Äh, kann ich jetzt los?« »Gabriel Mörk«, hatte das Wort ergriffen. Kim Kolze schmunzelte verstohlen. Er mochte diesen Jungen. Er war aus dem Nirgendwo aufgetaucht und innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen Teil des Teams geworden. Ein Munk-Spezial, so hatte Munk damals auch mir Krüger geholt. Gerüchte behaupteten, sie habe nicht einmal die Polizeischule beenden müssen. »Weil?«, fragte Mickelson und runzelte die Stirn. »Wenn Munk zum Täter unterwegs ist, könnte es doch nett sein, wenn wir feststellen, wo das ist,« sagte Gabriel mörk »Wir säubern gerade den Film. Ich habe einen Kumpel, der sich mit sowas auskennt. Bald werden wir die GPS-Koordinaten haben. So verwenden wir unsere Zeit vielleicht besser, als hier herumzusitzen.« und wer bist du noch gleich? fragte Mickelson und nahm die Brille ab. Gabriel, antwortete Mörk. Wie viel Polizeierfahrung hast du, hast du gesagt? Zwei Wochen, antwortete Mörk, ohne eine Miene zu verziehen. Ich habe zwanzig Jahre, sagte Mickelson und setzte die Brille wieder auf. Ich weiß vielleicht besser, wie die Zeit sinnvoll verwendet wird, meinst du nicht? Mit seinem Sarkasmus bis er auf Granit. Kim konnte sehen, dass Curry Gabriel murk zuzwinkerte und der antwortete mit einem Schulterzucken. "Annette?", fragte Mickelson hilfesuchend. "Gabriel hat recht", sagte Annette und erhob sich. "Der Käsefilm ist wichtig und müsste jetzt an erster Stelle stehen. Wenn Munk uns ausgeschlossen hat, weil Stolz ihm ein Ultimatum gestellt hat, ist das total verständlich. Er liebt seine Enkelin. Ich hätte genauso gehandelt." Mickelsons Gesicht nahm eine andere Farbe an, wenn er in Annette Godi eine Verbündete gesehen hatte. Dann hatte er sich geirrt. Curry zwinkerte Kim zu und der schickte ein Lächeln zurück. Na gut, sagte Mickelson verärgert und blätterte in den Unterlagen vor ihm auf dem Tisch. Und was machen wir jetzt? Kim Kolze hatte sein Telefon auf lautlos gestellt, aber die Vibrierfunktion nicht ausgeschaltet. Plötzlich schurrte das Telefon über die Tischplatte und das Display zeigte eine unbekannte Nummer. Ja? fragte Mickelson irritiert und sah ihn an. Ich muss das hier annehmen, sagte Kim und stand auf. Jetzt? fragte Mickelson. Ja, entgegnete Kim. Dann, äh, murrte Mickelson. Kim verließ das Zimmer, ging in die Küche und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. Kim, Kolzer? Am anderen Ende der Verbindung meldete sich eine Frauenstimme. Ja, hallo, mein Name ist Emilie Isachsen.« Ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Kim öffnete die Kühlschranktür und nahm eine Milchtüte heraus. Wenn er in einem Fall mit Mia Krüger einer Meinung war, dann, dass man den Bürokaffee nicht so trinken konnte, wie er aus der Maschine kam. Ich, ich habe Ihre Visitenkarte in einer Matratze gefunden, sagte die Frauenstimme, und, naja, jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich tun soll. Ich dachte, vielleicht können Sie mir helfen. Das ist gut möglich. Wobei soll ich Ihnen denn helfen? fragte Kim und goss sich ein wenig Milch in den Kaffee. Tobias gab Rackel die Decke und knipste die Taschenlampe aus. Im Luftschutzraum wurde es ganz dunkel, aber ihnen blieb nichts anderes übrig. Sie mussten mit den Batterien sparsam umgehen, und ihre Augen gewöhnten sich rasch an die Dunkelheit. Tobias wusste nicht, wie lange sie schon in dem unterirdischen Raum eingesperrt waren, er tippte auf vier oder fünf Tage. Er hatte die Luke geöffnet und hinuntergeschaut, er hatte Rackels Namen geflüstert, den Namen des Christenmädchens hinter dem Zaun, das Hilfe brauchte, und dann war jemand hinter ihm angekommen und hatte ihn in die Tiefe gestoßen. Er hatte Angst gehabt und war sich dumm vorgekommen, verletzt hatte er sich auch, er war tief gefallen an einer Art Leiter vorbei, hinunter in das schwarze Loch, und dann war er auf dem Betonboden aufgeprallt. Zum Glück nicht mit Kopf oder Armen, er war auf der Seite gelandet, und die Leiter hatte seinen Fall wohl auch ein wenig abgebremst, denn es tat nicht so furchtbar weh, nur ein wenig an der Hüfte und in einem Bein. Sollen wir es noch einmal mit der Luke versuchen? fragte das Mädchen, das Rackel hieß. Eine sanfte Stimme in der Dunkelheit. Er konnte nur noch ihre Umrisse erkennen. Sie saß nicht weit weg. Ich glaube nicht, dass das was bringt, sagte Tobias. Er wollte nicht pessimistisch klingen, aber sie hatten es schon mehrmals versucht, zuletzt vor wenigen Stunden. Er war die Leiter hochgeklettert und hatte die Schulter gegen die Holzluke gepresst, aber die hatte sich nicht bewegt. Sie war von außen abgeschlossen. Und es half auch nichts, daß er den Dietrich hatte, wo das Schloss doch auf der anderen Seite saß. Zum Glück hatten sie etwas zu essen und eine Decke und eine Taschenlampe, auch wenn sie mit den Batterien sparsam umgehen mußten. Sie waren in einem Luftschutzraum. Das Mädchen, das Rackel hieß, hatte ihm alles erklärt. Sie war schon einige Male hier unten gewesen. Hier wurden die ungehorsamen Kinder eingesperrt, die, die nicht hörten. Meistens brauchten sie nicht so lange hier unten zu sitzen, es kam ganz darauf an, was sie angestellt hatten. Auf diesem Hof schien es viele Strafen zu geben, das hatte Tobias begriffen. Eine Woche lang nicht reden war eine solche Strafe, deshalb hatte Rakel am Zaun die Zettel benutzt. Sie konnte sprechen, sie hatte ihre Stimme nicht verloren, wie er zuerst gedacht hatte, er hatte geglaubt, sie sei vielleicht taubstumm, wie Chief Brompton im Kuckucksnest. Sie konnte wirklich sprechen, Seit er zu ihr heruntergestoßen war, redete sie fast die ganze Zeit. Tobias hörte ihre Stimme gern. Sie redete nicht wie die anderen Mädchen, die er kannte, nicht wie die aus der Schule, die vor allem kicherten oder Blödsinn sagten. Rackel redete richtig, fast wie eine Erwachsene. Sie wusste auch, wo im Luftschutzraum alles aufbewahrt wurde. Es gab Kartons mit Lebensmitteln und große Kannen voll Wasser und Kleider und alles Mögliche. Batterien hatten sie zwar nicht gefunden, aber auch die sollten hier irgendwo liegen. Tobias war nicht zum ersten Mal in einem Luftschutzraum. Sie hatten einen in der Schule und er war bei einer Übung dort gewesen. Der Katastrophenschutz hatte in Hönnefuss in ein Horn gestoßen und alle hatten eine lange Reihe bilden und so tun müssen, als sei Krieg. Im Luftschutzkeller der Schule hatten nur ein paar alte Turnmatten und einige Hockeyschläger gelegen. Nicht wie hier, wo es fast alles gab. An den ersten Tagen hatte er Angst gehabt, aber das ging jetzt vorüber. Es passierte ja nichts Gefährliches und sie waren schon lange hier. Am Ende durfte man wieder nach oben, das hatte Rackel gesagt. Man durfte wieder nach oben, nur dauerte das manchmal etwas. Er machte sich vor allem Sorgen um seinen kleinen Bruder. Torben würde Angst haben, wenn er nach Hause kam und sah, dass Tobias nicht da war. Er hatte ihm ja einen Zettel geschrieben, das schon. Er hatte den in der Schaumgummimatratze in seinem Bett versteckt, die mit einem Reißverschluss geöffnet werden konnte und die sie die geheime Stelle nannten. Ich gehe die Christenmädchen beobachten, bin bald wieder da, hatte er geschrieben. Er hoffte, daß das helfen würde. Ich glaube, Gott gibt es nicht mehr, sagte Rackel und nahm seine Hand. Tobias hatte schon früher Mädchen an der Hand gehalten, ganz kurz aber nur, und das hier war anders. Rackel hielt gern lange seine Hand, und er hielt gern ihre. Ihre Finger waren schmal und warm, und wenn sie sich an ihn schmiegte, konnte er auch die Wärme ihres Körpers spüren. Es war fast schön, so zusammenzusitzen. Eigentlich hätte er gern noch lange so zusammengesessen, wenn sie nur nicht unter der Erde eingesperrt gewesen wären. Ich glaube nicht an Gott, sagte Tobias ein weiteres Mal. Sie hatten schon oft darüber gesprochen, Hakel schien es wichtig zu sein, über Gott zu sprechen. Manchmal hatte er das Gefühl, dass sie vor allem mit sich selbst sprach, aber er versuchte doch zu antworten, so gut er konnte. Denn wenn es einen Gott gibt, würde er doch nicht zulassen, dass Leute gemeine, böse Dinge tun, findest du nicht? Rackel rückte dichter an ihn heran und drückte seine Hand. Er drückte zurück. Das taten sie ab und zu. Alles geht gut, wir sind zusammen hier. Das finde ich auch, sagte Tobias, auch wenn es ihn nicht weiter interessierte, ob es einen Gott gab oder nicht. In der Schule hatte er gelernt, dass es viele Götter gab. Überall auf der Welt glaubten die Menschen an unterschiedliche Dinge, aber es war nicht sein Lieblingsfach, bisher hatte er nie weiter darüber nachgedacht. »Woran soll man eigentlich glauben, wenn man nicht mehr an Gott glaubt?«, fragte Rackel. »Supermann?«, schlug Tobias vor, um ein bisschen witzig zu sein. So was sagte er immer, wenn sein Bruder traurig war. Komische Dinge, damit Torben sich gleich besser fühlte. »Wer?«, fragte Rackel. So war das nämlich. Rackel wusste schrecklich wenig, sie hatte von nichts eine Ahnung. Er, »Ein Mann, der wahnsinnig stark ist und fliegen kann.« »Es kann doch niemand fliegen?«, fragte Rackel überrascht. Nein, er kann nicht fliegen, aber aber doch, es gibt ihn ja nicht in echt, er ist eine, eine Figur aus einem Comic. Wir haben Comics über Jesus, sagte Rackel und verstummte für eine Weile. Tobias merkte, dass sie ihm ein bisschen leid tat, nicht, dass er selbst so viel gehabt hätte. Andere in seiner Klasse hatten alles mögliche, Computer und iPads und iPhones und und eigentlich alles, was neu war, aber er hatte immerhin Fernsehen und Comics und Bücher. Rackel hatte auch davon nichts. Wann lassen die uns wohl raus? Was meinst du? Was ist die längste Zeit, die jemand hier unten gesessen hat? Weiß nicht so recht, sagte Rackel. Da war eine Sarah, die hat hier zwei Wochen gesessen, glaube ich, aber sie war nicht mehr hier, als ich gekommen bin. Was hat sie gemacht? Sie haben gesagt, sie hätte versucht wegzulaufen. So wie du? Ja. Es war jetzt kälter im Raum. Vielleicht war draußen Abend. Vielleicht war das der Grund. Tobias nahm einen Zipfel der Decke und legte ihn sich um die Schulter. Rackel rückte noch näher an ihn heran und nahm ihn mit unter die Decke. So blieben sie eine Weile sitzen, dicht beieinander unter der Decke und klammerten sich aneinander. Rackel lehnte den Kopf auf seine Schulter und nach einer Weile konnte er hören, wie ihr Atem langsamer wurde. Sie schlief jetzt. Tobias blieb ganz still sitzen, um sie nicht zu wecken, und schloss die Augen. Bald schlief auch er, nicht so tief wie zu Hause in seinem Bett, es war nur eine Art Halbschlaf. Er begriff erst, dass er richtig eingeschlafen war, als ein lautes Geräusch ihn weckte, er fuhr zusammen und sah, dass über ihnen gerade die Luke geöffnet wurde. Endlich dachte er, als das Licht einer Taschenlampe an der Leiter herunterwanderte. Tobias Iversen weckte das Mädchen mit den schönen Sommersprossen und erhob sich. Der Regen hatte aufgehört, als Mia vor dem Pflegeheim vorfuhr. Als sie aus dem Auto stieg und die Treppe hochging, konnte sie sehen, wie die dunkle Wolke in Richtung Innenstadt weiterglitt. Karen stand in der Rezeption, als Mia hereinkam, wie in Stolz an dem Tag, an dem Mia Veronika Backes Kanasterdiplom an der Wand entdeckt hatte. Großer Gott, was war sie begriffsstutzig gewesen. Nichts hatte sie begriffen. Sie funktionierte nicht mehr, daran musste es liegen. Sie hatte ja auch nicht begriffen, dass Stolz es auf sie abgesehen hatte, Munk, ja, aber den falschen Munk, Edward Munk. Deshalb waren die Leichen im Fort Isegran ausgelegt worden. Munks Mütter. Auch Mia Krüger hatte damals in Hönnefuss bei den Ermittlungen mitgemacht. Was deshalb? Weil sie eine Frau war? Eine Polizistin? Hätte sie das schneller kapieren müssen? Und das kleine Mädchen finden, weil sie selbst ein Mädchen war? Sie konnte nicht mehr klar denken. Die Fahrt zum Friedhof hatte ihr die letzten Kräfte genommen. Ihre Großmutter war tot, ihr Vater war tot, ihre Mutter war tot, Sigrid war tot, sie war ganz allein. Mia freute sich darauf, dass alles vorüber sein würde. Einige Male draußen auf Hitra waren ihr Zweifel gekommen, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte, sich das Leben zu nehmen, diese Welt zu verlassen, hätte sie anders denken müssen. Aber jetzt war das vorbei, sie war jetzt sicher, sie hatte sich richtig entschieden, sie hätte die Insel niemals verlassen dürfen. Sie sah die vielen Tabletten vor sich, die auf dem Tisch lagen und auf sie warteten, merkte, dass sie sich freute. Komm mir, komm. Zuerst Marion finden, die letzten Kräfte sammeln und das lächelnde kleine Mädchen finden, Holger Munks Augenstern, das Kind, das sie alle so lieb gewonnen hatten, Marlins Stolz finden. Sie dachte kurz an Munk, der einen Anruf erhalten hatte und dann verschwunden war. Sie hoffte, dass ihm nichts passiert war. Vielleicht hatte er ja sogar Marlin gefunden und seine Enkelin. Mia brachte ein kleines Lächeln zustande. Sie wollte nicht zeigen, wie schlimm es wirklich in ihr aussah. Hallo Karen, hallo Mia. Gut, dass du Bescheid gesagt hast. Danke. Tut mir leid, wenn ich, naja, unhöflich war oder so, ist gerade ganz schön hektisch bei uns. Ist was passiert? fragte Karen mit besorgter Miene. Sie hat Holger gern, dachte Mia. Das war jetzt deutlich. Nicht doch, nur der übliche Stress, log sie. Hast du denn den Schlüssel gefunden? Ja, hier ist er", sagte Karen. "Ich zieh nur schnell eine Jacke über." Sie verschwand im Hinterzimmer und kam mit der Jacke zurück. "Steht das Auto schon lange da?" "Ach, ich weiß nicht", sagte Karen und führte mir zur Tür und zur Treppe zur Tiefgarage. "Ich habe heute morgen den Müll runtergebracht. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, weißt du, aber na ja, wir müssen eben alle mit anpacken, wenn viel zu tun ist. Und da habe ich den Wagen gesehen. Ich weiß nicht, wie lange er schon da Warum ist sie nicht damit nach Hause gefahren? fragte Mia. Also das weiß ich wirklich nicht, sagte Karen und lief leichtfüßig vor mir her in die Tiefgarage. Auf leichten Füßen, Mia. Auf leichten Füßen. Die Worte der Großmutter auf dem Sterbebett. Mir kam sich durchaus nicht mehr leichtfüßig vor. Karen war in ihrem Alter, etwas älter vielleicht, sah aber viel besser aus, jünger, munterer, nicht eine Falte, hatte auch keine so wahnsinnig große Verantwortung auf ihren Schultern ruhen, Pflegerin in einem Altenheim, etwas ganz anderes als eine erschöpfte Ermittlerin ohne Schutzpanzer. Sie war jetzt fertig, spürte es am ganzen Leib. Sie hatte so lange versucht durchzuhalten, Mia Mondkind zu sein, ganz allein auf der Welt. Die Fahrt zum Friedhof hatte es ihr klar gemacht, dass sie nicht mehr zu kämpfen brauchte. Sie riss sich wieder zusammen und lächelte die freundliche Pflegerin an, Munk und Karen sie hoffte, dass die beiden es schaffen würden, dass sie ein gutes Leben zusammen haben würden. Das hatte Munk wirklich verdient. Hier ist er, sagte Karen und zeigte auf den weißen Citroën, der in einer Ecke stand. Und hier ist der Schlüssel, fügte sie hinzu. Mia schloss das Auto auf und schaute hinein. Auf den ersten Blick wies nichts darauf hin, dass sie vor dem Wagen einer Serienmörderin stand. Alles sah ganz normal aus ein Becher von McDonald's, eine Zeitung, mir ging um das Auto herum und öffnete den Kofferraum. Auch dort nichts Besonderes. Ein Warndreieck, ein paar Stiefel. Verdammt, was hatte sie denn erwartet? Dass Stolz dort die Habseligkeiten der Mädchen aufbewahrte? Stolz war viel zu schlau, zynisch, kalt, jahrelange Planung, hätte im Auto keine Spuren hinterlassen. Sie war ja sogar an Sigrids Grab gewesen. Bei diesem Gedanken geriet Mir in Wut. Sie spürte, dass das Telefon in ihrer Tasche vibrierte, das Bild von Ludwig. Dann funktionierte sie doch immerhin ein bisschen. Sie freute sich, weil sie recht gehabt hatte. Ein Gesprächskreis für kinderlose Frauen. Sie zog das Telefon aus der Tasche und sah sich Ludwigs Mitteilung an. Ein Foto. Ein Gesprächskreis in Hönnefuss. Weihnachtstreffen 2005. Insgesamt sechs Frauen. Lächeln vor einem Weihnachtsbaum. Sie erkannte sie sofort. Marlins Stolz. Nicht mit unterschiedlichen Augenfarben zwei blaue augen linsen mir vergrößerte das bild ein wenig Marlins stolz es war so seltsam sie sah so normal aus eine ganz normale frau die sich ein kind wünschte aber keins bekommen konnte sie hatte ihren arm um die frau neben sich gelegt die frau neben ihr mir verschob das bild ein wenig um besser sehen zu können aber was zum teufel sie fuhr herum aber es war schon zu spät die Frau auf dem Bild, die Frau hinter ihr. Mir spürte die Injektionsnadel im Hals. Sie knallte mit dem Hinterkopf auf den offenen Kofferraumdeckel. Zähl von zehn bis null, sagte Karen lächelnd. Das sagen sie doch immer. Von zehn bis null. Dann schläfst du ein. Ist das nicht lustig? Zehn, neun, acht. Mir Krüger war bewusstlos, ehe sie sechs hörte. Teil 6. Annette Godi gefiel die Stimmung im Besprechungszimmer nicht. Mickelson hatte den Fall übernommen, wollte alles entscheiden, wusste aber nicht genug über die Details, um die Einheit motivieren zu können. Annette war inzwischen reichlich genervt. Sie mussten vorankommen, schnell, so schnell wie möglich. Sie hatten verdammt noch mal nicht die Zeit, um Mickelson über alles zu informieren, was sie schon herausgefunden hatten. Und wo steckte eigentlich Mia? Sie hatte doch vorhin erst mit ihr gesprochen. Und warum hatte Munk sein Telefon ausgeschaltet? Weil er auf dem Weg zum Täter war? Ja, aber warum hatte er das Telefon nicht angelassen? Damit sie ihm nicht folgen konnten? Weil er nicht wollte, dass sie ihm folgten? Sie argumentierte in Gedanken hin und her und hörte nicht, was Kim sagte. »Muss das unbedingt jetzt sein?«, fragte Mickelson. »Haben wir nicht Wichtigeres zu tun?« Kim seufzte. »Ja, aber ich glaube, es kann da einen Zusammenhang geben.« »Und was für ein Zusammenhang soll das sein?«, fragte Mickelson. Annette Goli musste sich zusammenreißen, um nichts zu sagen. Mickelson war eben nicht auf dem Laufenden. Tobias Iversen ist der Junge, der Johanne gefunden hat, sagte Kim seufzend. Und jetzt ist er verschwunden. Ich habe eben mit seiner Lehrerin gesprochen. Seit einer Woche hat ihn niemand mehr gesehen. Und er hatte seinem Bruder einen Zettel geschrieben, dass er zu einer Sekte im Wald wollte. Das kann ein Zufall sein, sagte Mickelson. Annette konnte sich nicht länger beherrschen. Und es kann sehr wohl etwas bedeuten, platzte es aus ihr heraus. Wenn hier die Rede von einer Sekte im Wald ist, gerade da, wo Johanne gefunden wurde, dann müssen wir das unbedingt überprüfen. Wir haben trotz allem eine Gemeinde, die direkt in unseren Fall verwickelt ist. Auch wenn wir nicht so ganz wissen, wie, aber irgendwas stimmt nicht mit denen. Wickelson sah sie an. Dann überlegte er. Na gut sagte er endlich. Aber das darf nicht zu lange dauern und lass dein Telefon eingeschaltet für den Fall, dass wir dich brauchen. Alles klar, sagte Kim und nickte. Er salutierte und verließ das Zimmer. Er zwinkerte Annette dankbar zu, als er die Tür hinter sich zuzog. Sie lächelte und zwinkerte zurück. Sie mochte Kim Kolze. Sie mochte eigentlich alle im Team. Munk hatte durchaus seine Schwächen, aber Leute aussuchen, das konnte er. Sie hatte noch nie in einer so motivierten und so eng miteinander verbundenen Gruppe gearbeitet. Im Moment allerdings waren sie leider nicht so motiviert. Mickelson war für den Chefsessel unten in Grönland geeignet, aber er taugte nicht als Ermittler und Teamleiter. Dazu hatte er zu geringe soziale Kompetenzen, zu kurze Antennen. Die sonst so inspirierte Crew sah aus, als wäre ihnen alles andere lieber, als sich hier im Besprechungszimmer aufhalten zu müssen. <laughs> Kein Wunder eigentlich. Sie hatten eine Million Dinge zu erledigen und der Sand verrann im Stundenglas. Niemand hatte vor der Wohnung, in der Miriam und Marion sich aufgehalten hatten, etwas gesehen. Marion war spurlos verschwunden. Sie dachte an Munk. Vielleicht war er jetzt dort, allein und ohne Rückendeckung, in Lebensgefahr. Aber er war immerhin da. Wenn er also da war, das musste er doch sein. Annette konnte sich keine andere Erklärung vorstellen. Wo stehen wir also, was Marion Munk angeht? fragte Mickelson, als Annettes Telefon klingelte. Mickelson musterte sie übellaunig. Die Zentrale, also Grönland, sagte Annette. Das muss ich annehmen. Sie verließ das Zimmer. Ja, Annette. Hallo, Hilde Mür. Du, ich habe hier jemanden, der mit dir sprechen will. Mit mir persönlich? Nein, mit jemandem von euch. Ich habe es bei Munk und Mia probiert, aber die melden sich nicht. Mia meldete sich nicht. Wo trieb sie sich denn bloß herum? Ich habe gerade schrecklich viel zu tun. Es muss also wichtig sein. Ach, es ist sicher wichtig, so wie ich das sehe. Wer ist es denn? Marlins Stolz. Annette wäre fast das Telefon aus der Hand gefallen. Was hast du gesagt? Ich habe Marlins Stolz hier vor mir stehen. Annette war so verwirrt, dass sie ganz zu antworten vergaß. Sie legte das Telefon aus der Hand und stürzte zurück zu ihren Kollegen. "Wir haben's Stolz!", rief sie. "Was?", fragte Mickelson. "Aber wieso das denn? Sie ist unten in Grönland, Curry, du kommst mit mir." "Wird gemacht", sagte Curry und warf sich seine Jacke über. Holger Munk setzte sich im Bett auf. Er hatte unvorstellbare Kopfschmerzen und sein Mund war wie ausgedörrt. Er schaute sich verwirrt um. Das Zimmer sah antiseptisch aus, wie im Krankenhaus, im Pflegeheim. Er war noch immer im Pflegeheim höwigweih. Aber was zum Teufel? Er sprang auf, musste sich aber wieder setzen. Vor seinen Augen drehte sich alles. Das Fenster. Draußen war es dunkel. Abend. Er hatte den ganzen Tag geschlafen, in einem Bett im Pflegeheim Höwigweih, vollständig angezogen. Er durchwühlte seine Taschen, konnte aber sein Telefon nicht finden. Ja verdammt, was um alles in der Welt sollte das denn bloß? Wo war Karen? Sie hatte ihn doch wecken wollen. Er versuchte noch einmal aufzustehen, und diesmal schaffte er es. Er taumelte zur Tür und versuchte sie zu öffnen, aber das gelang ihm nicht. Die Tür war von außen abgeschlossen. Er tastete nach dem Schloss auf der Innenseite, aber da war keins. Er war eingeschlossen worden. Das durfte doch wohl nicht wahr sein. Holger Munk spürte, wie die Panik in ihm aufstieg, als er begriff, was geschehen war. Verdammt. Er hämmerte mit der Faust gegen die Tür und schrie hektisch Hallo. Er hämmerte jetzt verzweifelt, während er versuchte, in seinem Kopf Ordnung zu schaffen. Ist da jemand? Er griff sich in die Taschen, in Duffelcoat und Hose, taumelte zum Bett zurück und fing an zu suchen. Sein Telefon war spurlos verschwunden. Hinter ihm öffnete sich die Tür und eine Pflegerin, die er noch nie gesehen hatte, schaute herein. Sie musterte ihn erschrocken. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Munk, Polizei Oslo, Mordkommission, nuschelte Munk und zwängte sich an ihr vorbei. Haben Sie Karen gesehen? »Karen?«, fragte die verängstigte Pflegerin. »Die hat Feierabend. Warum?« ich, »Ich muss mal kurz telefonieren«, sagte Munk und taumelte zur Rezeption hinüber. »Moment, Sie können doch nicht einfach...« »Munk, Polizei! Meine Mutter wohnt hier!«, nuschelte Munk und hob den Hörer ab. Er blieb mit dem Hörer in der Hand stehen und war ziemlich verwirrt. »Diese scheißmoderne Technologie!« Er wusste ja nicht mal mehr die Nummer auswendig. Er wählte die Nummer der Auskunft und ließ sich mit der Polizeizentrale am Grönlandplatz verbinden, bekam endlich Antwort und bat zur Sondereinheit durchgestellt zu werden. Dort meldete sich Ludwig. Grönli? Hier, Munk. Aber zum Teufel, Holger, wo steckst du denn bloß? Keine Zeit, Ludwig. Ist Mia da? Nein, die ist verschwunden. Wie meinst du das verschwunden? Wo ist sie? Nicht hier, sagte Ludwig. Also zum Teufel, sagte Munk. Und Gabriel? Munk? fragte Ludwig. Stell mich zu Gabriel durch, der muss ihr Telefon doch verfolgen können. Gib mir Gabriel. Munk? fragte Ludwig. Zum Henker, Ludwig, gib mir Gabriel. Deine Enkelin ist verschwunden, sagte Ludwig am anderen Ende der Leitung. Munk wurde ganz still. Marion ist verschwunden wiederholte Ludwig. Jemand hat sie aus der Wohnung entführt. Aber das kriegen wir schon hin, Munk. Wir haben Stolz. Sie ist aus freien Stücken gekommen, hast du gehört? Wir haben Marlins Stolz. Annette und Curry reden gerade mit ihr. Alles wird gut. Munk erwachte jetzt langsam, wie ein Bär aus dem Winterschlaf. Sie ist es nicht, keuchte er. Wie meinst du das? wieder drehte sich alles vor Munks Augen. Schick einen Wagen. Aber Munk, schick einen Wagen! brüllte Munk. Ja, aber wo bist du denn? brüllte Ludwig zurück. Entschuldigung, sagte Munk und merkte, dass er am ganzen Leib zitterte. Pflegeheim Höwigweih! Schick einen Wagen, Ludwig, ich bin nicht fahrtüchtig. Schick einen Wagen! Er legte den Telefonhörer auf den Tisch und taumelte in den dunklen Abend hinaus. In dem modernen Vernehmungsraum im Keller des Präsidiums am Grönlandplatz lagen Spannung und Erleichterung in der Luft. Sie hatten die Frau so lange gesucht. Zuerst als unsichtbares Gesicht, als Serienmörderin, deren Namen sie nicht kannten. Dann als Frau mit unterschiedlich gefärbten Augen, die in einer mit Spiegeln ausgekleideten Wohnung hauste. Und jetzt war sie hier. Nur einen Meter von ihnen entfernt. Annette musterte sie verstohlen, während Curry noch ein Glas Wasser einschenkte. Marlins Stolz. Annette wusste nicht so recht, was sie erwartet hatte, aber vielleicht nicht das hier. Marlins Stolz war zierlich und schmächtig, lange schwarze Haare und ein blasses Gesicht, dünne Finger, die nur mit Mühe das Wasserglas an die ausgetrockneten Lippen führen konnten. »Danke,« sagte Marlins Stolz zaghaft und senkte den Kopf wieder. Annette merkte, dass die andere ihr fast leid tat. »Sie haben ein Anrecht darauf, dass ein Anwalt anwesend ist. Ist Ihnen das bekannt?« fragte Curry und setzte sich wieder. Marlins Stolz nickte zaghaft. Das brauche ich nicht, sagte sie leise. Es kann aber besser sein, sagte Annette. Marlins Stolz schaute zu ihr auf, ein braunes und ein blaues Auge, die aussahen, als ob sie jegliche Lust zu leben verloren hätten. Ich brauche das nicht, sagte Marlins Stolz noch einmal und fuhr sich mit einer dünnen Hand durch die schwarzen Haare. Ich werde alles sagen, was ich weiß. Die Beschuldigte verzichtet auf juristischen Beistand sagte Curry in das kleine Mikrofon auf dem Tisch. Sind Sie da sicher? fragte Annette. Marlin Stolz nickte noch einmal so behutsam wie beim ersten Mal. Sie war so verletzlich. Annette konnte es nicht glauben. Marlin Stolz war fast durchsichtig wie Glas. Annette hatte das Gefühl, wenn sie nur zu laut spräche oder mit dem Finger schnippte, würde sie zerbrechen. Ich werde alles sagen, was ich weiß, wiederholte Stolz. Aber Sie müssen jemanden für mich anrufen. Wer sollen das sein? fragte Curry schroff. Annette gab ihm ein Zeichen, sich zu beruhigen. Es gab keinen Grund zur Aggression. Marlin Stolz war schon zerbrochen. Ich bin krank, sagte Marlin Stolz. Ich habe eine Krankheit. Sie müssen meinen Arzt anrufen. Geht das? Marlin sah sie wieder an, diesmal mit flehendem Blick. Natürlich, Annette nickte. Wie ist die Nummer? Die habe ich im Kopf, sagte sie. Curry schob einen Block und einen Stift über den Tisch. Sein Telefon piepste. Curry sah sich die eingegangene Mitteilung an. Er hob die Augenbrauen und reichte Annette das Telefon. Die Mitteilung kam von Ludwig. Munk ist unterwegs. Annette lächelte und schob das Telefon zurück. Munk war wieder da, endlich. Annette ließ sich von Marlins Stolz den Block geben und reichte ihn an Curry weiter. Machst du das? Curry nickte und verließ das Zimmer. Möchten Sie noch etwas Wasser? fragte Annette, als sie allein waren. Nein, danke sagte Stolz leise und senkte wieder den Kopf. »Welche Krankheit haben Sie denn?« »Das können Sie nicht feststellen,« sagte Marlin, »aber Sie, Sie sitzt im Kopf. Ich bin im Kopf nicht gesund. Manchmal weiß ich nicht, wer ich bin, aber, aber Sie können das nicht feststellen.« »Wo ist Marion Munk?« fragte Annette. Im, wer?« Marlin Stolz blickte sie fragend an. »Marion Munk.« Sie haben Marion aus der Wohnung geholt oder etwa nicht? Wo halten Sie sie versteckt? Wer? fragte Stolz noch einmal. Sie wirkte jetzt ehrlich verwirrt. Sie wissen doch, warum Sie hier sind oder nicht? Doch. Marlin nickte. Und warum sind Sie hier? Wir haben die Alten betrogen, sagte Marlin leise. Jetzt war Annette die Überraschte. Wie meinen Sie das? Marlin sah zu ihr auf. Wir haben die Alten betrogen, das war nicht so gemeint, es hat sich einfach so ergeben, Karen und ich, wir wollten Geld besorgen, ich wollte ein Kind adoptieren. Das ist nicht so einfach, wenn man allein und nicht gesund ist. Wissen Sie, wie teuer und schwer es ist, ein Kind zu adoptieren? Jetzt begriff Annette wirklich nicht mehr, wovon hier die Rede war. Sind Sie jetzt krank, Marlin? In diesem Augenblick. Was? Ich? Marlins Stolz fuhr hoch und schaute sich um. Sind Sie jetzt Marlin oder? Sind Sie eine andere? Ich, ich heiße nicht Marlin, sagte Stolz. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Mike in Storberg, sagte Marlin Stolz. Und warum nennen Sie sich Marlin? Das war Karens Idee, sagte die schmächtige Frau. Mike in Storberg. Annette war jetzt komplett verwirrt, aber sie ließ sich nichts anmerken. Curry kam wieder herein. So, jetzt habe ich mit Ihrem Arzt gesprochen. Ich soll herzlich grüßen und sagen, dass jemand unterwegs ist. Seine Aggression war verraucht, und das war auch richtig so. So wie Marlin Stolz jetzt vor ihnen saß, kamen Annette wirklich Zweifel daran, dass sie die Gesuchte war, falls sie keine hervorragende Lügnerin war, was sehr gut sein konnte. Sie hatte selbst gesagt, sie leide an einer Krankheit, aber Annette hatte im Laufe der Jahre etliche Lügner erlebt, und wenn Marlin Stolz also log, dann log sie virtuos. Annette schaltete das Aufnahmegerät aus und bat für einen Moment um Entschuldigung. Sie zog Curry auf den Gang hinaus und ließ Marlins Stolz allein im Vernehmungsraum zurück. Was hat der Arzt gesagt? Es stimmt, was sie sagt, antwortete Curry. Sie war seit ihrer Kindheit immer wieder in allerlei Kliniken. Wenn ich wirklich mit einem Arzt gesprochen habe, dann ist dieser Fall so bizarr, dass ich gar nichts mehr glaube. Hat er etwas darüber gesagt, was ihr fehlt? Schweigepflicht, aber er konnte absolut bestätigen, dass sie einen Sprung in der Schüssel hat. Curry, na ja psychisch krank, verdammt Annette, die Frau hat vier Kinder umgebracht, und ich soll hier jedes Wort auf die Goldwaage legen. Überprüf mal diesen Arzt, ob er wirklich einer ist, und lass mal prüfen, was wir über eine gewisse Mike in Storberg haben. Wer ist das? Annette nickte in Richtung des Vernehmungsraums. Stolz? Das sagt sie jedenfalls. Überprüf das mal gleich, ja? Okay, sagte Curry. Annette ging wieder ins Zimmer und schaltete das Aufnahmegerät ein. Freitag, 4. Mai 2012, es ist 22.40 Uhr. Anwesend sind Staatsanwältin Annette Godi und Marlin Stolz, die hier vernommen wird. Maiken Storberg, sagte Stolz, schien sich plötzlich aber nicht mehr sicher zu sein. Wie soll ich sie denn jetzt nennen? fragte Annette freundlich. Ähm, Maiken, glaube ich, sagte Marlin. Also, Maiken, möchten Sie noch ein Glas Wasser, Maiken? Nein, danke, das, das geht schon. »Wissen Sie, warum Sie hier sind, Maiken?« »Ja, weil Karen und ich die Alten betrogen haben. Das tut mir so leid.« »Sie sind nicht deshalb hier, Maiken?« »Nicht?« Die ehemalige Marlin Stolz, jetzt Maiken Storberg, blickte sie fragend an. »Sie sind sicher, dass Sie keinen Anwalt wollen?« »Ja, ich bin sicher, aber warum bin ich hier?« »Sie stehen unter Verdacht, die vier sechs Jahre alten Mädchen ermordet und außerdem...« die sechs Jahre alte Marion Munk entführt zu haben. Oh, nein, 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 nein. nein. Maiken sprang auf und zeigte auf Annette. »Nein, nein, nein, oh nein, nein!« »Setzen Sie sich bitte wieder, Maiken!« »Oh nein, 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 Das, das wissen Sie, das wissen Sie, dass das ich damit nichts zu tun habe, oh nein, 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 nein!« Annette bereute Maiken Storberg, die Handschellen abgenommen zu haben. Maiken sah aus, als ob sie sich jeden Moment etwas antun könnte. »Können Sie sich bitte setzen, Maiken!« »Damit habe ich nichts zu tun!« »Können Sie sich setzen, Maiken!« »Das ist, oh nein, 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 ich war das nicht!« wenn Sie sich setzen, werde ich Ihnen zuhören, können wir uns darauf einigen? fragte Annette so freundlich sie nur konnte und hielt ihren Finger in der Nähe des Knopfes unter dem Tisch. Sie wollte die uniformierten Kollegen nicht hier im Raum haben, nur wenn es unbedingt nötig wäre. Maiken Storberg sah sie einen Moment lang an und beschloss dann, sich wieder zu setzen. Maiken? Ja? Lassen Sie uns das, was ich gesagt habe, für einen Moment vergessen, ja? Okay sagte Maiken fragend und wischte sich eine Träne ab. »Erzählen Sie mir mehr darüber, was Sie erwähnt haben.« »Die Alten?«, fragte Maiken, nickte und setzte sich gerade. »Wer sind die Alten?« »Im Altenheim,« sagte Maiken leise. »Ich bin Karen in Hönnefuß begegnet, in einem Gesprächskreis für Kinderlose. Wir haben uns angefreundet, es war ihre Idee. Sie kannte da jemanden, hat sie gesagt. Wen denn?« einen Pastor, oder zuerst war er kein Pastor, er war Gebrauchtwagenhändler, aber dann wurde er Pastor und hat Leuten, die sterben mussten, Geld weggenommen. Erbschaften? Mir hatte das Team über die Gemeinde informiert, die versucht hatte, Munks mütterliches Erbe an sich zu reißen. Maiken Storberg nickte. Wir haben Geld für alle Namen bekommen, die wir liefern konnten, von denen, die, die? Maiken zögerte ein wenig. Ja, Sie wissen schon, die alt waren und die wir vielleicht dazu bringen konnten, an den Himmel zu glauben. Sie schämte sich jetzt sichtlich, rang auf ihrem Schoß die dünnen Hände. Und wie lange ist das so gelaufen? Ach, lange, lange. Wir haben viele betrogen. Die Tür wurde geöffnet und Curry kam herein. Annette drückte auf den Aufnahmeknopf. 22.57 Uhr. Soeben hat Ermittler Jun Larschen den Raum betreten. Die Vernehmung von Marlin Stolz alias Maiken Storberg wird fortgesetzt. Sie schaute zu Curry hoch und er nickte. »Alles stimmt«, sagte er kurz. »Wer ist also Karen?«, fragte Annette. »Kennt ihr Karen nicht?«, fragte Maiken. »Welche Karen?«, fragte Curry. »Ich kenne Karen«, sagte Munk, der plötzlich im Raum stand. Annette hatte nicht einmal gehört, wie die Tür geöffnet worden war. »22.59 Uhr, soeben hat Holger Munk, der Leiter der Sondereinheit, den Raum betreten.« sagte Annette ins Mikrofon. Wo ist Karin? fragte Munk und setzte sich ans Tischende. Maiken Storberg schien sich zu schämen, seit Munk gekommen war. Sie kannten sich, und Maiken hatte sich an dem Versuch beteiligt, Munks Familie um ihr Erbe zu bringen. Es tut mir leid, Holger, murmelte Maiken und schaute auf ihre Knie. Ich wollte doch bloß ein Baby haben. Warum? Warum darf ich kein Baby haben, wenn alle anderen eins kriegen? Das ist schon gut, Marlin, sagte Munk ruhig und legte ihr die Hand auf die Schulter. Ich muss nur wissen, wo Karen ist. Maiken, sagte Annette. Was? fragte Munk und drehte sich zu ihr um. Annette hatte ihren Chef schon häufiger erschöpft erlebt, aber noch nie so sehr wie jetzt. Er konnte ihren Blick nur mit Mühe erwidern. Wenn sie nicht gewusst hätte, dass er nie Alkohol anrührte, wäre sie sicher gewesen, dass er heftig gezecht hatte. "Meiken Storberg, sagte Curry und nickte Munk beruhigend zu. Maiken? Na gut, Maiken, sagte Munk, wo ist Karen? Oh nein, nein, sagte Maiken und fing an, sich auf dem Stuhl hin und her zu wiegen. Munk, sagte Annette, aber er ignorierte sie. Ich muss wissen, wo Karen ist, verstehst du das? Ich muss wissen, wo sie ist, sofort. Munk beugte sich vor und packte die schmächtige Frau an der Schulter. Sofort schlug Maiken Storberg die Hände vors Gesicht. Nein, 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 wo ist Karen? schrie Munk und schüttelte die schmächtige Frau. Munk, rief Annette, wo ist Karin? Munk hatte jetzt die Hände um Maikens Schulter gelegt und rüttelte sie noch heftiger. Annette wollte schon aufspringen, aber Curry kam ihr zuvor. Der kräftige Polizist legte seine muskulösen Arme um Munk und führte ihn aus dem Vernehmungsraum. Geht's so weit, Maiken? fragte Annette, als sie wieder allein waren. Die schmächtige Frau schaute aus ängstlichen Augen zu ihr auf und nickte langsam. Ich muss nur kurz mit den beiden anderen sprechen, dann bin ich wieder hier, okay? Wieder nickte Maiken Storberg. Und du? Maiken sah zu ihr auf. Das kommt in Ordnung, ich glaube Ihnen, okay? Maiken wischte sich eine Träne weg und nickte zaghaft. Tausend Dank! Annette lächelte, legte ihr eine Hand auf die Schulter und ging aus dem Zimmer. What the fuck, Munk? Auf dem Gang stand Curry, der Munk noch immer in festem Griff hielt. Tut mir leid, stammelte Munk. Sie hat Marion, Karen. Sie hat meine Kleine. Sie hat Marion. Jetzt beruhige dich mal, sagte Curry. Bring Mike in eine Zelle, sagte Annette ruhig. Ich kümmere mich um Holger. Curry nickte widerwillig und ließ den hellbraunen Daffelcoat los. Er ging wieder in den Vernehmungsraum und ließ die beiden anderen auf dem Flur zurück. Ist alles in Ordnung mit dir, Holger? fragte Annette und legte ihrem Chef eine Hand auf die Schulter. Sie hat meine Kleine, sagte Munk. Wer ist Karen? fragte Annette ruhig. Sie arbeitet im Heim, brummte Munk. Sie hat meine kleine Annette, meine kleine. Wir finden sie, sagte Annette und dann klingelte ihr Telefon. Annette? Gib mir Holger, sagte ein atemloser Gabriel Mörk. Sie reichte Munk das Telefon. Ja? Munk hörte kurz zu und legte gleich wieder auf. Der Kiesefilm. Wir haben die GPS-Koordinaten. Nimm Curry mit, ja? Der beleibte Polizist lief bereits durch den Gang, ohne eine Antwort abzuwarten. Mir, Krüger, wurde von etwas geweckt, das sie für Möwenschreie hielt. Sie war wieder auf ihrer Insel, das Haus, das sie gekauft hatte, um allein zu sein, um vor den Menschen wegzulaufen, um vor sich selbst wegzulaufen. Sie hatte sich freiwillig mit Medikamenten vollgepumpt, bis zum Anschlag. Meer, Luft, Vögel, Ruhe. Sie wollte zu Sigrid. Es ist zu schwer, allein zu sein, wenn deine ganze Familie nicht mehr da ist. Tod. Es ist zu hart, keinen Menschen zu haben, der versteht. Sigrid hatte immer verstanden, die wunderbare, feine, herrliche Sigrid. Mir hatte nicht einmal ein Wort zu sagen brauchen. Ich verstehe dich, Mir, ohne dass sie den Mund aufgemacht hätte, der warmherzige, liebevolle Blick unter den blonden Haaren. Jetzt war sie allein, keine Sicherheit. Keine Ruhe, nur dieses Haus und die Möwen, die unerbittliche, intelligente, ganz besondere Mia Krüger, Mia Mondkind, die Indianerin mit den glitzernd blauen Augen, eine der besten Mordermittlerinnen des Landes, geschrumpft zu einem erschöpften Sonderling auf einer einsamen Insel. Mia merkte, daß ihr Mund wie ausgedörrt war. Sie versuchte, die Augen zu öffnen, aber das gelang ihr nur langsam. Zeitlupenübergang von Traum zu Wirklichkeit. Mit Musik im Hintergrund. Ein Radio. Die Musik setzte aus. Sie unternahm noch einen Versuch, die Augen zu öffnen, aber ihre Augenlider steckten fest. Nicht nur die Augen, sie steckte überhaupt fest. Konnte sich nicht rühren. Mir glitt langsam zurück in ihren Traum. Der Kaffee war fertig. Sie hörte den pfeifenden Wasserdampf in der Küche auf Hydra. Hallo. Hallo, Mia! Mia Krüger schlug die Augen auf und sah Karen nielend. Die rotblonde Frau lächelte und hielt eine Flasche Wasser in der Hand. Möchtest du etwas trinken? Du musst doch entsetzlichen Durst haben. Mia wusste plötzlich wieder alles. Ihr Körper zuckte automatisch, versuchte sich loszureißen. Sie hatte etwas vor dem Mund. Ihre Hände waren mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Die Beine, ihre Beine ebenfalls mit Klebeband gefesselt. Ihre Bewegungen erfolgten reflexartig durch ihren Körper und nicht durch ihr Gehirn. Muskuläre Panik. Aber es half nichts. Sie konnte nur den Kopf bewegen. <laughs> du bist richtig niedlich, sagte Karen lachend und schwenkte die Wasserflasche. Willst du noch lange so weitermachen? Es macht Spaß, dir zuzusehen. Also tu dir keinen Zwang an. Mir spürte, wie die Panik in ihr aufstieg, konnte sich aber zusammenreißen, die Panik verdrängen. Sie atmete tief durch und schaute sich um, mit ihrem Polizeiblick. Sie war in einem kleinen Haus oder einer Hütte. Nein, einem Haus. Die Fensterrahmen waren weiß, alt, auf dem Land. Sie war auf dem Land. Die Fensterscheiben waren mit Plastikfolie überzogen. Man konnte hinausschauen, aber nicht herein. Wärme und Knistern hinter ihr. Ein Ofen. Nein, das Geräusch war lauter, von einem offenen Kamin. Ein Sofa, ein Tisch, 60er Jahre. Ein Läufer auf dem Boden, mehrfarbig, links eine Tür, ein alter Kühlschrank, eine Küche, noch eine Tür angelehnt, ein Flur, zwei schmutzige Stiefel, eine Strickjacke, eine Regenjacke. Ja, hier ist es schön, nicht wahr? sagte Karen und stellte die Flasche auf den Boden. Soll ich dir alles zeigen und erklären? Mia versuchte etwas zu sagen, aber es kam nur ein Gurgeln aus ihrem Hals, das Klebeband vor ihrem Mund. Sie streckte die Zunge heraus, presste sie zwischen ihre Lippen, nahm den Geschmack des Klebstoffs wahr. Wenn du etwas zu trinken willst, darfst du nicht rufen, sagte Karen. Wir sind weit von den Menschen weg, die können dir also nicht helfen, aber ich will nicht, dass du das Kind wächst. Vor ihr stand ein Fernseher, nein, kein Fernseher, ein Bildschirm, ein Computerbildschirm, eine Tastatur, eine Maus. Karen schaltete den Rechner ein. Siehst du? Sie schläft. Wir müssen still sein. Psst. Karen Nielund lächelte und legte den Zeigefinger an die Lippen. Der Bildschirm erwachte langsam zum Leben und zeigte das Bild eines schlafenden Mädchens. Marion. Irgendwo in einem weißen Zimmer. Das Bild war aus der Vogelperspektive aufgenommen von einer oben in einer Ecke angebrachten Webcam. Ist sie nicht süß? fragte Karen lächelnd. Die Pflegerin setzte sich auf den Tisch und strich behutsam über den Bildschirm. Darf das Kind nicht wecken, wenn es schläft? Dann sprang Karen auf, trat einen Schritt vor und riss Mia das Klebeband aus dem Gesicht. Mia schnappte nach Luft und hustete. Ihr war schlecht. Die Spritze im Nacken. Sie hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. So, jetzt ein bisschen trinken, sagte Karen und hielt ihr die Flasche an den Mund. Mia trank gierig, so viel sie konnte. Der Rest lief über ihr Kinn, auf ihren Pullover, auf ihre Hose. Ihre Oberschenkel wurden nass. Braves Mädchen, sagte Karen und wischte ihr mit dem Handrücken Kinn und Mundwinkel ab. Was hast du mit ihr gemacht? Hast du ihr was angetan? wirkte Mia heraus. Aber nein, was redest du denn da? fragte Karen und lächelte noch immer. Ich habe ihr doch nichts getan. Ich werde sie umbringen, das schon, aber ich werde ihr doch nichts tun. Der Teufel soll dich holen, fluchte Mia und spuckte aus. Karen sprang zur Seite und konnte dem Speichel gerade noch ausweichen. Nein, Pfui, Mia. Willst du das Klebeband zurückhaben, oder wollen wir versuchen, uns anständig zu benehmen? Mia spürte, wie die Wut in ihr kochte, aber sie riss sich zusammen. Ich werde mich benehmen, sagte sie leise. Entschuldige. Siehst du, das ist schon besser, sagte Karen und setzte sich wieder. Warum ich? fragte Mia. <laughs> du meine Güte, immer gleich zur Sache. Was? Ist das nicht ein bisschen langweilig? fragte Karen lachend. Wollen wir nicht zuerst ein bisschen spielen? Ach, ich spiel so gern. Spielen macht Spaß. Findest du nicht? Spielst du nicht gern Mia? Mia, Mondkind? Ach, was für ein niedlicher Name. Ein kleines Indianermädchen, das gefangen worden ist. Sehr passend, findest du nicht? Mia gab keine Antwort. Sie schloss die Augen und ließ den Kopf auf ihre Brust senken. Karen stand auf. Mia? Mia? Du darfst jetzt nicht wieder einschlafen, Mia? Wir wollen doch spielen! Mia öffnete die Augen wieder und spuckte Karen direkt ins Gesicht. Die rotblonde Frau war darauf nicht vorbereitet gewesen und für einen Sekundenbruchteil ließ sie die Maske fallen. Ihr Lächeln war verschwunden, ihre Augen blitzten. Verdammte Fotze! Karen Nielünd hob die Hand und schlug Mia ins Gesicht. Der Schlag war hart. Mias Kopf wurde nach hinten geschleudert, und vor ihren Augen tanzten Sterne. Als sie wieder klar sehen konnte, war das groteske Lächeln in Karens Gesicht zurückgekehrt. Ein bisschen Kuchen? fragte Karen und legte den Kopf schief. Den habe ich nur für dich gebacken. Wer zum Teufel bist du eigentlich? Nicht fluchen, sagte Karen. Das muss nicht sein. Das ist eine Regel. Ist das abgemacht? Das ist eine Regel bei unserem Spiel. Mia überlegte und nickte, schaute sich abermals um. Polizeiblick. Sie war hier gefangen, fernab von der Zivilisation. Sie steckte fest, musste sich durch Reden befreien. Einzige Chance, mitspielen. Das ist eine gute Regel, sagte sie leise und versuchte zu lächeln. Ach, schön, sagte Karen und klatschte in die Hände. Wer soll anfangen? Soll ich anfangen? Mia nickte. Ich bin in diesem Haus hier aufgewachsen sagte Karen. Hier wohnten ich, meine Mutter, meine Schwester und der, dessen Namen wir nicht nennen. Dein Vater? Der, dessen Namen wir nicht nennen? sagte Karen lächelnd und setzte sich wieder auf den Tisch. Du bist dran. Ich bin in Oscottstrand aufgewachsen, sagte mir, bei meiner Schwester und meiner Mutter und meinem Vater. Wir haben in einem weißen Haus gewohnt, in der Nähe von dem von Edward Munk. Meine Großmutter wohnte gleich nebenan. Ach, langweilig, sagte Karen zuckersüß. Partykiller, das wissen wir doch längst. Erzähl etwas Neues, etwas, das wir noch nicht wissen. Soll ich etwas sagen? Mia nickte wieder. Meine Mutter hat im Krankenhaus von Hama gearbeitet. Ich durfte mit ihr zur Arbeit gehen. Sie hat mir alles gezeigt. Sie hatte die weichsten Haare auf der Welt. Ich durfte sie kämmen. Meine Schwester war noch zu klein. Sie durfte nur zusehen. Eines Tages kam sie nicht von der Arbeit nach Hause. Wir wussten ja alle, was passiert war, aber die Polizei rührte keinen Finger. Ist das nicht komisch? Was meinst du, dass wir in einem Land leben, wo die Polizei keinen Finger rührt? Karl lächelte und strich sich die Haare hinter die Ohren, schaute zur Decke hoch, schien nachzudenken. Das Krankenhaus von Hama. Sie waren also in der Nähe von Hama. Der Vater hatte die Mutter umgebracht. Die Polizei hatte keinen Finger gerührt. Daher stammte dieser Hass auf die Polizei. Darf man Fragen stellen? fragte Mia. Das darf man, lachte Karen. Bei diesem Spiel darf man alles. Außer fluchen, sagte Mia und rang sich noch ein Lächeln ab, hoffte, es wirkte überzeugend. Genau, kicherte Karen. Das mögen wir nicht. Wie hast du sie genannt? fragte Mia. Wen denn? Das Mädchen von der Wochenstation. Karen lächelte nicht mehr. Margrete, sagte sie, das ist ein schöner Name. Ja, findest du nicht? Doch sehr schön. War das ihr Zimmer? Sie nickte zu dem Bildschirm hinüber. Ja, sagte Karen traurig. Oder nein, es war nicht so schön. Es war da, aber ich hab ein neues bauen lassen. Das alte war so, so traurig geworden. Was ist mit dir passiert? Und nein? Ich bin dran, ich bin dran, Mia riss ihren Blick vom Bildschirm los. Sie konnte sich das nicht länger ansehen. Marion lag dort unten in einem Bett, in einem weißen Puppenkleid mit Spitzen. Er ist innerlich verblutet, sagte Karen lächelnd. Wer? Der, dessen Namen wir nicht nennen. Ich habe ihm Rattengift ins Essen getan. Ich musste kochen, für uns drei, nachdem die Polizei gesagt hatte, Mutter sei aus freien Stücken verschwunden. Es hat Spaß gemacht, da zuzusehen, wie er gestorben ist. Wir haben es zusammen gesehen, meine Schwester und ich. Er hat aus dem Mund geblutet und dann überall. Noch, es war ein richtig schöner Anblick, fast feierlich, fast wie zu Heiligabend. Wo habt ihr ihn begraben? fragte Mia und versuchte nicht, den Bildschirm anzusehen. Konzentrieren jetzt, Mia, konzentrieren. Gleich hinter dem Klohäuschen, sagte Karen lächelnd. Stinki, stinki, dreck, dreck, dreck. <laughs> sehr passend. Sicher, dass du keinen Kuchen willst? Ähm, später vielleicht, sagte Mia lächelnd. Der ist sehr lecker, sagte Karen und verschwand für einen Moment in ihrer eigenen Welt. Marlins Stolz? Meinst du, Maiken? Zwei verschiedene Augenfarben. Marlin? Maiken. Karen nickte. Ach, die arme Maike, sie ist knatschverrückt. Hast du das gewusst? Aber wir haben zusammen einen Haufen Geld verdient. Langsam begann es mir zu dämmern, wie das alles zusammenhing. Durch die Gemeinde? Karn nielund lächelte und klatschte wieder in die Hände. Wie tüchtig, mir! Sehr tüchtig! Du hast keine Ahnung, wie leicht alte Damen sich überreden lassen, all ihr Geld Jesus zu geben, wenn sie bald sterben müssen. Sie lachte kurz auf. Sie haben 60 Prozent bekommen, wir 40. Ein fairer Deal, würde ich sagen. Das ist viel, viel Geld, Mia. Weißt du, wie viel Geld das ist? Nein, sagte Mia. Viel? Karen zwinkerte ihr zu. Ich wohne nicht hier, um das mal so zu sagen. Aber sie hat etwas über Margrethe oder die anderen Mädchen gewusst. Aber nicht doch. <lacht> Karen lachte wieder. Maiken ist total verrückt. Das steht fest, aber viel zu feige für sowas. Ihren würden Freund Roger Backen, den konnte ich immerhin brauchen. Das war wenigstens etwas. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er Mann oder Frau sein wollte. Huh, eigentlich witzig. Solche Leute sind immer so schwach, lassen sich leicht an der Nase herumführen. Meine Güte, was für ein Plan, sagte mir, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten. Richtig clever, gut für alle. Ja. Nicht wahr? fragte Karen stolz. Aber was ist mit ihr passiert? fragte Mia dann. Mit wem? Mit Margrethe, dem Baby. Karen verstummte einen Moment. Dann antwortete sie. Ich wurde von einem Auto angefahren. Hab mir den Fuß und beide Arme gebrochen, sagte sie und presste die Lippen aufeinander. Musste im Krankenhaus liegen. Lange? Karen nickte stumm. Kann ihnen auch keine Vorwürfe machen, sagte sie und hatte nun wieder dieses Lächeln aufgesetzt. Den Alten meine ich, wenn sie ihr Geld weggeben. Ach, liegen ganz allein da, der Körper funktioniert nicht. Sie überdenken ihr Leben und bereuen. Ach, was, sie bereuen mir. Ich hab sie gesehen, hab sie reden hören. Sie denken an alles, was sie lieber anders gemacht hätten. Dass sie nicht weniger Verantwortung für die Leute um sich herum übernommen haben. Dass sie nicht mehr an sich selbst gedacht haben. Dass sie nicht mehr gereist sind, gespielt haben, die Welt erforscht haben. Sie haben alle furchtbare Angst, sie haben Furcht in den Augen, schreckliche Furcht, Mia. Du solltest sie mal sehen. Sie begreifen, dass sie sich falsch verhalten haben, sie geraten in Panik, sie hoffen auf eine letzte Runde, wollen sich noch eine Chance erkaufen. Kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen? Was ist es für ein Gefühl, sterben zu müssen, Mia? Willst du mich umbringen? fragte Mia. Karen sah sie überrascht an. Ja, natürlich. Wieso fragst du? Warum mich? Hast du das noch immer nicht kapiert? Und ich hatte gedacht, du wärst so intelligent. Nein, ich habe es nicht kapiert, sagte Mia leise. Nein, das hast du nicht, denn ich bin klüger als du. Karen lächelte triumphierend und klatschte wie ein Kind in die Hände. Ich habe einen Hund getötet, weißt du das? Damit die Mädchen etwas zum Spielen haben, war das nicht nett von mir? Das wusste ich nicht, murmelte Mia. Weil du dumm bist, sagte Karen Niel und lächelnd. Ja, du bist schlauer als ich. Das bin ich. Warum willst du mich denn dann umbringen? Weißt du das nicht? Wirklich nicht? fragte die Frau mit den rotblonden Haaren hämisch. Nein, soll ich es sagen? Ja, weil du meine Schwester umgebracht hast, sagte Karen und verschwand in der Küche. Liv Nielund hatte mit dreizehn zum ersten Mal Klebstoff gesnifft, in einer Seitenstraße von Hama. Sie hatte die Schule schon lange geschmissen, hatte sich dort nicht wohlgefühlt, die Fächer lagen ihr nicht, die Menschen auch nicht, und niemand kümmerte sich darum, wo sie war. Ihre Schwester hatte sich gekümmert, Karen, die zehn Jahre ältere, hatte immer auf sie aufgepasst, als sie in Tangen gewohnt hatten, in dem kleinen, abgelegenen Haus. Der Vater war ein Tyrann gewesen, physische und psychische Misshandlungen hatten für die beiden Schwestern und die Mutter die am Ende einfach von der Bildfläche verschwunden war, den Alltag geprägt. Die kleine Lefege hatte Dinge erleben müssen, mit denen ihr Kopf und ihr Körper nicht umgehen konnten. Der Lappen mit dem Klebstoff war eine wunderbare Freistätte von der Wirklichkeit gewesen. Solange Karen da gewesen war, war alles leichter gewesen, in die Schule zu gehen, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, zu glauben, dass sie es schaffen würde. Aber Karen war so seltsam geworden. Als beide Eltern nicht mehr da waren, hatte eine Persönlichkeitsänderung bei ihr eingesetzt. Sie konnte wegen jeder Kleinigkeit hochgehen, sie konnte plötzlich laut über Dinge lachen, die überhaupt nicht komisch waren. Liv Hege erinnerte sich daran, wie einmal ein Vogel zum Wohnzimmerfenster hereingeflogen war. Liv Hege hatte den Vogel geholt, ihn in ihr Zimmer gebracht, ihn in eine kleine Pappschachtel mit Baumwolle gelegt, versucht, ihn am Leben zu erhalten. Eines Tages, als sie mit dem Schulbus nach Hause gekommen war, hatte sie ihre große Schwester Karen in der Küche überrascht, auf der Platte stand ein Kessel mit kochendem Wasser, und Karen sah zu, wie der schreiende kleine Vogel lebendig gekocht wurde. Sie hatte sich mit strahlendem Lächeln zu Lefege umgedreht, als ob es ihr Spaß machte, den Vogel sterben zu sehen. Die Mutter hatte in Hama im Krankenhaus gearbeitet, und die große Schwester Karen, hatte sie zur Arbeit begleiten dürfen. Was die Mutter nicht wusste war, dass Karen Medikamente stahl. Sie hatte Liv Hege einmal, als sie allein zu Hause gewesen waren, die Schachtel auf dem Dachboden gezeigt, Spritzen und Ampullen und Gläser und alles Mögliche mit komischen Namen. Liv Hege wusste nicht, was die Schwester damit vorhatte, aber vermutlich wollte sie damit etwas töten. Karen tötete gern. Liv Hege wollte vergessen. Der Lappen mit dem Klebstoff war der Anfang einer Reise gewesen, bei der nur ein einziges Ende möglich war. Anfangs war die Fege per Anhalter von Tangen nach Hama gefahren, aber das hatte dann auch ein Ende genommen, sie war gar nicht mehr nach Hause gekommen. Auf Dumchirke Orden wurde Klebstoff gesnifft, dann schliefen sie im Gebüsch. Sie nahmen Poppers Herzmedizin und schliefen auf Bänken und in Treppenhäusern. Sie stahlen das Essen, das sie brauchten, und verbrachten ihre Zeit vor allem damit, sich weitere Rauschmittel zu besorgen. Je mehr Lefege sich zudröhnte, umso schwieriger war es, nüchtern zu sein. In den ersten Jahren hatte sie es nicht so oft gemacht, vielleicht einige Male in der Woche, aber jetzt passierte es dauernd, eine destruktive Spirale, aus der sie sich nicht befreien konnte. Lefege wurde von dem gejagt, was sie als kleines Kind erlebt hatte, dem totalen Fehlen von Liebe, der konstanten Angst davor, was passieren würde, und sie konnte nicht mit der Wirklichkeit umgehen, so wie andere Menschen sie sahen, ein gutes Leben, ein Leben in Geborgenheit, ein Haus, eine Arbeit, eine Familie, Kinder, Ferien. Keine Chance. Liv Hege hatte in diesem Leben nur ein Ziel den nächsten Rausch und den danach, und dann noch einen. Sie hatte Beziehungen gehabt, aber die waren nicht so wichtig gewesen. Ein Typ hier, der ihr ein Bett und ein bisschen Hasch gab. Ein Typ da, bei dem sie duschen und Schnaps trinken konnte. Aber dann lernte sie Markus Skug kennen. Liv Hege war in einem Auto eingeschlafen und in Oslo aufgewacht. Jemand wollte irgendeine Ladung holen, Speed oder so. In einer Wohnung am Grönlandplatz, da war er gewesen. Liv Hege war sofort hin und weg gewesen. Und danach waren sie zusammen. Markus Skug hatte sie mit Heroin bekannt gemacht. Und jetzt hatte sie zwei Dinge, in die sie verliebt war. Das Heroin war perfekt für sie gewesen. Anders als die Stoffe im Klebezeug und die vielen anderen unreinen Dinge, mit denen sie sich zugedröhnt hatte. Die hatten sie weggeholt, das schon, aber ihr war fast die ganze Zeit schlecht gewesen. Das hier war etwas ganz anderes. Markus Gug hatte ihr an einem Sommertag unten am Ackerself den ersten Schuss gesetzt. Und Lefege hätte das fast nicht für möglich gehalten ihr Körper schien ihr Leben lang angespannt gewesen zu sein und sich plötzlich entspannt zu haben. Alles, was scharfe Stacheln und bohrendes Elend gewesen war, war jetzt ein einziges strahlendes Lächeln, ein riesiges strahlendes Lächeln auf rosa Wolken ewiger Schönheit. Die Menschen waren gut, die Welt war fantastisch, für immer. Seit damals waren sie die ganze Zeit zusammen gewesen. Markus und sie und das Heroin, ein himmlisches Dreieck. Sie zogen umher, wohnten mal hier, mal da. Markus kannte alle Welt und dann fing er an zu dealen und sie lernten noch mehr kennen. Die Dealer sind die Promis der Unterwelt, immer umgeben von einem Hofstaat aus Fremden und Bekannten. Und obwohl Markus nur auf Straßenniveau gedielt hatte, waren sie gut zurechtgekommen. Jetzt war Herbst und sie waren seit einiger Zeit in einem Wohnwagen oben beim Trivan. Es hatte eigentlich eine ziemlich laute Partystimmung geherrscht, viel Kokain und Speed und im Grunde zu wenig Heroin. Lefege hatte das vermisst. Es würde jetzt gut tun, sich richtig einzufixen. Die Partyklicke war dann zum Glück in Richtung Zentrum weitergezogen und im Wagen waren nur noch sie drei, Markus und sie und das wunderbare flüssige Gold, das bald durch ihre Adern strömen würde. Kannst du mir einen Schuss machen? Lefege schaute flehend zu Markus Skuk der in dem kleinen Wohnwagen winzige Kreise drehte. Er hatte zwei Lines Mix eingezogen, Speed und Kokain, und war ziemlich zugedröhnt. Er redete ununterbrochen mit sich selbst und hatte tellergroße Augen. Markus, fragte sie noch einmal, setz mir einen Schuss. Le Fege schob den Pulloverärmel hoch und legte den Arm auf den kleinen Resopaltisch. Scheiße, Lefege, das kannst du doch selbst. Muss ich denn alles machen? grunzte Markus Gug und machte sich auf dem Tisch noch zwei Leins fertig. Aber ich finde es so schön, wenn du das machst, sagte Lefege. Jetzt komm schon. Verdammt, du nervst, ich kapier nicht, warum ich dich mit mir rumschleppe. Warum tue ich das? Hä? Warum tue ich das, Lefege? Ist ja nicht gerade so, als ob du was beizutragen hättest, oder? Lefege starrte beschämt zu Boden und zog sich den Gummischlauch selbst um den Arm. Markus beugte sich über den Tisch und zog die beiden Leins ein in jedes Nasenloch eine. Ah, sie sieh an, sieh an, ja. <laughs> Na, ich seh schon, hier ist der Bär los. Er lachte laut vor sich hin und schlug mit der Faust gegen die Wand. Le Fege fuhr zusammen, hätte fast mit der Nadel die Ader verfehlt. Aber dann traf sie doch. Die Wärme fing an, in ihren Körper zu strömen. Endlich rosa Wolken, Strände ohne Ende. Sie hatte gerade die Nadel auf den Boden fallen lassen, als an die Wohnwagentür geklopft wurde. Hallo? Eine Frauenstimme. Wer ja, zum Teufel? sagte Markus. Er versuchte, durch den Vorhang zu schauen, hatte aber vergessen, dass sie die Fenster mit Pappe beklebt hatten und nicht aus dem schmutzigen Wohnwagen hinausblicken konnten. Hier ist die Polizei. Jetzt eine Männerstimme. »Er verflucht«, sagte Markus und wischte den Stoff vom Tisch. »Lefege, jetzt mach schon!« Aber Lefege sah keinen Grund, irgendetwas zu machen. Sie hatte ein strahlendes Lächeln um den Mund und war auf dem Weg dahin, wo alles gut ist. Wie es dann passiert war, wusste Lefege nicht, aber plötzlich stand eine Polizistin im Wagen. »Mia Krüger, Mordkommission! Wir suchen nach diesem Mädchen! Habt ihr sie gesehen?« »Das ist doch Pia!« sagte Lefege selig, als sie das Bild sah. Fresse! rief Markus. Aber das ist doch Pia, Markus. Siehst du das nicht? Fresse, habe ich gesagt, brüllte Markus Skook. Markus? fragte plötzlich die Polizistin. Markus Skook? Was ist los, mir? das rief ein anderer Polizist von draußen. Die Polizistin die Mia hieß sah aus, als ob sie ein Gespenst gesehen hätte. Wie geht's denn deiner Schwester? fragte Markus. Die beiden letzten Lines taten ihre Wirkung. Sein Mund war ein riesiges klaffendes Loch, nur Zähne und Gelächter. Ach nein, stimmt ja. Sie hat den Löffel abgegeben. Ja, hat sie. Konnte den Stress nicht aushalten. Die arme. <laughs> ja, ja. So geht es mit lieben kleinen Mädchen aus braven Familien. Können rein gar nichts ertragen, weißt du? Haben zu spießig gelebt. Lefevre hatte nicht gesehen, dass die Polizistin eine Pistole gezogen hatte. Aber die Waffe war auf einmal da, in dem kleinen staubigen Wohnwagen. Lefege selbst war nicht da. Sie saß auf einem Berggipfel und sah zu. Es war schön warm. Der frische Wind wehte ihr durchs Haar. In dem anderen Zimmer, weit weg, dort, wo sie nicht war, hatte Markus eine von den Spritzen vom Tisch genommen. Er hatte jetzt Schaum vor dem Mund. Er drohte der Polizistin mit der Spritze und lachte wie ein Irrer. Willst du nicht auch was abhaben, mir? Ganz sicher, dass du keine Kostprobe willst? Oh, deine Schwester wollte mehr als gern. Ach, was war die für eine Weichfotze, die arme kleine Sigrid. <laughs> Von dem wunderbaren Gipfel, auf dem sie saß, konnte Lefhege ganz deutlich sehen, was jetzt passierte. Es war fast wie im Kino. Markus spuckte die Polizistin mit einem dicken Speichelklumpen an, während er zugleich versuchte, sie mit der Spritze zu treffen. Die Polizistin sprang zurück und dann knallte es. Der Gipfel hatte sich jetzt in einen Vulkan verwandelt. Es grollte unter ihr. Die Polizistin gab zwei Schüsse ab. Markus Skug wurde rückwärts geschleudert und fiel blutend zu Boden. Liv Nielund kam zwei Wochen später zu sich, mit überaus starken Entzugserscheinungen in einem Raum, den sie nicht kannte. Karen saß neben ihr und wich eine Woche lang nicht von ihrer Seite. Lefege war ans Bett geschnallt und hatte so etwas noch nie erlebt. Es war die Hölle, es war, als ob jede einzelne Zelle in ihrem Körper hellwach wäre und unendlich leiden müsste, eine Milliarde Brummschädel gleichzeitig, und während sie heulte, als ob der Teufel in sie gefahren wäre, blieb sie angeschnallt an das Bett in dem weißen Raum liegen, bis es vorüber war. Die ganze Zeit mit Karen an ihrer Seite. Ihre Schwester wusch sie, fütterte sie, hielt ihre Hand, beruhigte sie. Sie war weg gewesen, aber jetzt war sie wieder da. Dann durfte sie aufstehen, sie durfte allein aufs Klo gehen und sich zum Essen an den Tisch setzen, die Bäume ansehen. Karen lächelte jetzt. Lefege hatte Karen in der ganzen Zeit nicht lächeln sehen, aber jetzt war ihre Schwester froh. Was Karen Nielund nicht wusste, war, dass Liv Hege nicht vorhatte, zu bleiben in diesem Leben. Sie hatte alles verloren, was sie gelebt hatte. Ihre beiden Lieben, Markus Gug und das Heroin. Was konnte diese Welt ihr sonst noch bieten? Nichts. Eine Woche später, so wie sie zum ersten Mal allein spazieren gehen durfte, kletterte sie in einer Tanne im Wald, so hoch sie konnte, und legte sich eine Schlinge um den Hals und sprang hinaus in die Freiheit. Das tut mir schrecklich leid, sagte Mia. Ach, das macht doch nichts. Du hast sie umgebracht und jetzt musst du selbst sterben. So gleicht sich alles aus, findest du nicht? Karen lächelte und streichelte Mias Hand, ging wieder in die Küche und kam mit einem Stück Schokoladenkuchen zurück. Möchtest du ein Stück Kuchen, Mia? Mia schüttelte den Kopf. Aber du musst doch etwas essen, der ist wirklich richtig lecker. Rezept von meiner Mutter. Mia warf einen Blick auf den Bildschirm. Marion Munk lag bewegungslos auf ihrem Bett unten im Kellerraum. Mia sah aber plötzlich, dass sie sich ein wenig bewegte. Zum Glück das kleine Mädchen schlief nur. Karen Nieland lächelte wieder und fuhr mit zwei Fingern über den Bildschirm. Sie ist schön, nicht wahr? Mia nickte zaghaft. Ach, ich freue mich schon darauf, sie fertig zu machen. Es ist wichtig, dass Kinder rein sind. Findest du nicht? Karen lächelte sie an. Mir spürte die Angst in sich aufsteigen. Sie war bisher einigermaßen ruhig gewesen, aber jetzt stellte sie sich ein, die Furcht, die Bosheit. Sie hatte noch nie solche Augen gesehen. Die Frau vor ihr schien genau zu wissen, was sie tat und sagte, und doch war sie ganz ohne Empathie und normale menschliche Gefühle. Willst du hören, was jetzt passiert? Sollen wir das spielen? fragte Karen grinsend und erhob sich. Können wir nichts anderes spielen? fragte Mia. Sie musste jetzt Zeit gewinnen, ihretwegen, vor allem aber für Marion. Sie dachte an Munk. Wie würde der reagieren, wenn Marion etwas passierte? Sie konnte einfach nicht daran denken. Es war zu unwirklich. Was willst du denn spielen? fragte Karen. Egal, sagte Mia und versuchte es ihrerseits mit einem Lächeln. Wir können doch über Margrethe reden. Karen wurde ernster, runzelte die Stirn und verschränkte die Arme vor der Brust. Mia Krüger versuchte verzweifelt zu erraten, was in ihrem Kopf vor sich ging, wie diese Frau wirklich tickte. Sie wollte einen Schwachpunkt finden, konnte aber nicht zu Karen durchdringen. »Margrete, geht es gut?« zwitscherte sie und lächelte jetzt wieder. »Sie geht im Himmel in die Schule und hat vier Klassenkameradinnen, und bald hat sie fünf, und auch eine Lehrerin.« »Klassenkameradinnen?« fragte Mia verwundert. »Aber ja, sie kommen doch jetzt in die Schule.« Hast du das nicht kapiert?« Jetzt konnte mir die Puzzleteile zusammenfügen. Ich reise allein, die Schultaschen, die Schulbücher, Springseiler. Karen Nielund hatte die verschrobene Vorstellung, dass sie im Himmel eine Schulklasse einrichten und als Lehrerin fungieren wollte. So hing das alles zusammen, im Kopf dieser Psychopathin. Mias Gewissen versetzte ihr einen Stich. »Warum begriff sie das erst jetzt?« Vielleicht müsste Marion sonst gar nicht in dem kleinen Kellerraum in diesem Horrorkabinett von Einödhaus eingesperrt liegen. Sie hat auch einen Hund, sagte Karen jetzt, einen niedlichen jungen Schäferhund. Ach, sie spielt so gern mit dem Kleinen. Sieh nur, wie sie sich freut, mir. Sieh nur. Karen zeigte zur Decke hoch und lächelte töricht. Jetzt kommt Mama bald, Margrete, jetzt dauert es nicht mehr lange. Karen winkte und warf eine Kusshand gen Himmel. Warum zehn Kleider und nur fünf Mädchen? fragte Mia. Was? fragte Karen. Du hast zehn Kleider bestellt, aber du hast dir nur fünf Mädchen geholt. Kein Mädchen hat ja wohl nur ein Kleid, oder? Hattest du nur ein Kleid, Mia, zu Hause in Osgodstrand, als du mit der kleinen Sigrid gespielt hast? Mia biss sich auf die Lippe, als sie Sigrid's Namen hörte, merkte, wie die Wut in ihr tobte, aber sie konnte sich auch jetzt zusammenreißen. Also bleibt es bei den Fünfen? fragte sie beherrscht. Ja. Karen nickte nachdenklich, als überlegte sie, ob sie nicht doch noch mehr hätte holen sollen. Kleine Klassen sind doch eigentlich besser, da werden alle gesehen und gehört. Ist das nicht auch wichtig? Was meinst du, dass alle gesehen und gehört werden? Ich hätte vielleicht auch zehn nehmen können. Oder was sagst du, reichen fünf? Unbedingt. Mia nickte. Gut gemacht. Ich finde, du warst tüchtig. Findest du wirklich? fragte Karen skeptisch. Oh ja, auf jeden Fall, sagte Mia. Eine gute Idee und ein feiner Plan. Margrethe kann schließlich nicht allein in die Schule gehen. Ich meine, großer Gott. Nicht wahr? fragte Karen und setzte sich wieder auf den Tisch. Das war eigentlich das Mindeste, was ich tun konnte. Ganz richtig gedacht, sagte Mia. Und unglaublich gut ausgeführt. Ich meine, wir haben gar nichts kapiert, du hast uns richtig an der Nase herumgeführt, du bist wirklich tüchtig. Ja, nicht wahr? fragte Karen strahlend und klatschte in die Hände. Doch, die klügste, die mir je begegnet ist. Mia nickte. Ich habe das schon ganz lange geplant, sagte Karen, sehr sorgfältig, und es war so leicht, das ist das Schlimmste, dass es so leicht war. Ihr wart doch total verunsichert. Das Spiel hat wahnsinnigen Spaß gemacht, findest du nicht? Ja, sehr witzig sagte Mia lächelnd. Und jetzt sind wir bald am Ende angekommen. Ach, das wird gut. Karen seufzte. Jetzt brauchen wir nur noch alle zu sterben, dann sind wir fertig. Ja, das wird gut, sagte Mia, während die Gedanken durch ihren Kopf wirbelten. Hast du jetzt gesagt, Karen? Gerade jetzt? Wer soll denn jetzt sterben? Erst du, sagte Karen. Dann Marion. Nein. Oder warte mal, ich. ich habe mich eigentlich noch gar nicht entschieden. Ach, überlegte Mia. Das weißt du noch nicht? Das sieht dir aber gar nicht ähnlich. <laughs> ich weiß, Karen lachte, aber ich kann doch nicht alles entscheiden. Es, es kommt ja auch ein wenig auf den Zufall an. Wie das, erzähl. Ich hatte einen Typen, der mir geholfen hat, sagte Karen und setzte sich wieder. Die Männer sind doch dumm, das weißt du sicher. So dumm, sagte Mia lächelnd. Ja, ich war total beschränkt. Aber dieser hier, also, naja, der war wirklich die Härte. Er war einfach blöd, richtig blöd, verstehst du? fragte Karen amüsiert. Und wer war das? Ach, nur so ein Typ. Wie hieß er doch noch gleich? Ach, richtig. William hieß er. Er war verheiratet, aber er wollte was von mir. Das kommt ja vor, weißt du. Männer sind ja so schlichte Gemüter. Er hat mir geholfen, den Raum zu bauen. Ich wollte das alte Zimmer nicht mehr, sondern wollte ein neues weil Margrete da gewohnt hat ja das war nicht mehr schön das kann ich verstehen also hat er mir bauen geholfen und dann bin ich auf eine witzige idee gekommen was denn karen konnte sich jetzt fast nicht länger beherrschen kicherte und lachte wie ein kleines schulmädchen wir haben einen film gemacht einen film ja <laughs> mit seinem mobiltelefon großer gott was habe ich danach gelacht <laughs> der kiese film der war nicht echt Mia versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Was war das denn für ein Film? Er hat so getan, als ob er schreckliche Angst hätte, lachte Karen, und hat falsche Koordinaten genannt von seinem Standort, also <laughs> wo er war. Ja? Er hat die falschen Koordinaten gesagt. <laughs> Ist das nicht komisch? Zum Todlachen, sagte Mia, der aber kein richtiges Lachen mehr gelang. Und was für Koordinaten habt ihr genommen? Fragte sie mit gepresster Stimme. Ja, das ist ja gerade das Komische, kicherte Karen. Die von einem Haus hier ganz in der Nähe. Ist das nicht wahnsinnig komisch? Den Film habt ihr doch bekommen, nicht wahr? Karen trat ganz dicht an sie heran. Die gestörte Frau fuhr ihr mit einer kalten Hand durch das Gesicht. Du glaubst vielleicht, du könntest mich austricksen, Mia, so tun, als ob wir Freundinnen wären. Hältst du mich für dumm, Mia? Mir spürte die kalten Finger auf ihren Augen und Lippen. Ihr habt den Film bekommen von seiner Frau, oder? Mir nickte schwach. Ich bin nicht blöd, weißt du mir? Mich kannst du nicht austricksen, mir nach dem Mund reden. Warum hat das mit dem Film eigentlich so lange gedauert? Um ganz ehrlich zu sein, ich dachte, es würde schon viel früher knallen. Mir war jetzt schlecht. Karen fuhr wieder mit den kalten Fingern durch ihr Gesicht, wie eine Blinde, die ihren Weg zu ertasten versuchte. Was ist passiert, Mir? Es fiel Mia sehr schwer, ruhig zu bleiben. Sie hätte die Kranke am liebsten in einen Finger gebissen. Sie hat den Film nicht abgegeben, war erst vor ein paar Tagen bei uns, sagte Mia ruhig. Aha, sagte Karen lächelnd. Sie hielt wohl nicht besonders viel von ihm, wie? Mia gab keine Antwort. <laughs> ich kann sie gut verstehen, lachte die rotblonde Frau. Der war ein Schwein. Aber habt ihr den Film jetzt? Mia nickte vorsichtig. Schön, dann können wir gelassen abwarten, bis es Peng macht. Karen grinste und setzte sich wieder auf den Tisch. Es ist also hier ganz in der Nähe? fragte Mia. Ja, ist das nicht witzig? Dann können wir hören, wenn es knallt. Vielleicht können wir auch etwas sehen. Wenn wir das noch schaffen, meine ich. Karen erhob sich und verschwand aus Mias Blickfeld. Mia konnte die Kälte dieses schlechten Menschen hinter sich spüren. Sie schaute abermals zu dem Bildschirm hinüber. Sie fuhr zusammen, als sie sah, dass Marion langsam aufwachte. Nein, Marion, still liegen bleiben. Tu nicht übrigens flüsterte eine Stimme ihr ins Ohr. Du wirst nicht hören, wie es knallt. Karen streichelte ihre Wange. Du stirbst ja jetzt. Wird das nicht schön? Mia machte einen letzten verzweifelten Versuch, sich loszureißen, aber ihre Fesseln wollten noch immer nicht nachgeben. Sie spürte, wie die Wut kam und konnte sie nicht aufhalten. Ihr Körper schien unmittelbar vor einer Explosion zu stehen. Du miese verrückte Kuh! Aber, aber, was ist das denn für eine Sprache, Mia? sagte Karen augenzwinkernd. Mia spürte wieder das Klebeband vor dem Mund, den Leimgeschmack auf der Zunge, ruhig durch die Nase atmen. Nicht aufwachen, Marion, sie darf dich nicht sehen, bleib ganz still liegen. Das ist eine Falle, Holger. Schick niemanden in das Haus. Sie will alle mitnehmen. Lass da niemanden reingehen, Holger. Geht da nicht rein. Schick auch nicht Kim oder Curry oder Ludwig oder Gabriel oder Annette. Schick niemanden. Wir können niemanden entbehren, Holger. Mir spürte einen Stich in ihrer rechten Hand. Karen hatte ihr eine intravenöse Injektion gesetzt. Mir hörte, wie sie sich hinter ihr zu schaffen machte, einen Beutel an ein Gestell hängte, merkte, dass etwas in sie hineinströmte. Es kribbelte, machte ihre Adern kalt und taub. So, sagte Karen und setzte sich wieder auf den Tisch, schade, dass wir nicht mehr spielen können. Aber es ist besser, wenn du jetzt stirbst. Ich möchte noch ein bisschen mit Marion allein sein. Wir brauchen Zeit für uns, ehe wir aufbrechen. Nur sie und ich. Da kann ich dich nicht hier brauchen. Sie kicherte. Stell dir vor, wie witzig das wird, wenn sie feststellen, dass du nur ein paar Häuser weiter gestorben bist. Wenn sie überleben, meine ich. Die, die überleben. Was glaubst du? Wer wird überleben, Mia? Munk? Kim? Dieser Larschen, der sich für sonst wen hält? <laughs> wird es nicht lustig, das herauszufinden? Mia murmelte hinter dem Klebeband. Die Psychopathin war geistig nicht richtig da, begriff nicht, dass Mia nicht antworten konnte. Karren trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte, schmatzte leise vor sich hin, kratzte sich im Gesicht, sprang auf, verschwand aus Mias Blickfeld, kehrte mit einem doppelläufigen Schrotgewehr zurück, öffnete es, überzeugte sich davon, dass in beiden Läufen Patronen steckten, klappte das Gewehr wieder zusammen und legte es neben sich auf den Tisch. Der, dessen Namen wir nicht nennen, hat gern Tiere geschossen sagte sie und kratzte sich wieder am Gesicht. Da waren wir gleich. Wir haben beide gern getötet. Es ist witzig, etwas sterben zu sehen, Mia, nicht wahr? Witzig, wenn sie zu atmen aufhören, wenn sie losreisen. Karen stand auf und ging hinaus in den Flur. Mia konnte hören, wie sie eine Tür öffnete und wieder schloss. Ein Hauch frische Luft strömte ins Zimmer. Karen kam zurück. Ich werde mich nicht erschießen, wenn du das gedacht haben solltest. Ich glaube nicht, dass den Mädchen eine Lehrerin ohne Gesicht gefallen würde, oder? Nein, das Gewehr ist nur für den Fall, dass jemand kommt. Man kann nie vorsichtig genug sein, nicht wahr, Mir? Mir bemerkte ein Brennen in ihrer Handfläche, etwas Metallisch Schweres war unterwegs in ihrer Blutbahn, sie konnte nur noch mit Mühe klar sehen, sie versuchte sich auf den Bildschirm zu konzentrieren, Marion war nicht mehr da, Marion war verschwunden. War Karen unten gewesen? Was hatte sie mit dem kleinen Mädchen gemacht? Karen schüttelte den Kopf und lächelte. Es war schön, die Sachen fallen zu sehen. Der Blödmann, der den Film gemacht hat, ist richtig schön gefallen. Ein Augenblick dachte ich, er könnte vielleicht fliegen, genau wie Roger Backen. Roger hatte ja sogar Flügel. Es war so schön, das zu sehen. Geht dir das auch so mir, wenn du tötest? Mir war ein Augenblick abwesend, verließ geistig dieses schreckliche Zimmer, fuhr zusammen, als sie wieder zu sich kam. Karen hatte einen Koffer gepackt. Und ich war so sicher, dass du es wüsstest, sagte Karen jetzt, dass du wüsstest, warum. Mir konnte jetzt Sigrid sehen, in einem weißen Kleid, sie lief in Zeitlupe über das Feld. Komm mir, komm. Markus Gug, sagte Karen, sie war zwar nicht gescheit, meine Schwester, <laughs> das war sie nicht, aber sie war lieb. Es war nicht ihre Schuld. Er war kein guter Mensch. Aber was soll man machen? Männer sind nichts zum Sammeln. Sie hat sich umgebracht, nachdem du ihn erschossen hattest. Nicht mit einer Überdosis. Nein, sie hat sich erhängt. Eine Überdosis wäre besser gewesen, meinst du nicht, mir? So wie Siegfried? Hm? Sie hatte es doch sicher gut, als sie gestorben ist. Brauchte nicht mit einem Strick, um den Hals von einem Baum zu springen. Karen schaute zur Tür. Und kratzte sich wieder im Gesicht. Ja, ja, so ist wohl die Liebe. Was weiß denn ich? Mia konnte die Augen jetzt nicht mehr offen halten, spürte ihre Arme und Beine nicht mehr. Karen stand jetzt wieder auf, kam auf Mia zu und streichelte ihre Wange. Dann gute Reise, Mia, Mondkind. Sigrid kam durch das Feld auf Mia zugelaufen, blieb mit schämischem Blick vor ihr stehen, winkte ihrer Schwester zu, Komm, Mia, komm! Ich komme, Sigrid, warte doch. Soll ich doch ein Röschen sein und du Schneewittchen? Ja, Sigrid, gern. Komm, Mia, komm schon! Ich komme, Sigrid. Jetzt komme ich. Mia ließ los und folgte dem wehenden weißen Kleid ihrer Schwester über das weizengelbe Feld. Delta 1, komm! Munk ließ den Knopf des Intercoms los und wartete auf Antwort. Neun, hier ist Delta Eins, over. Munk warf Kim einen Blick zu, der mit der Glock auf den Knien da saß. Er trug eine kugelsichere Weste und hatte einen verbissenen Gesichtsausdruck. Curry saß auf der Rückbank, auch er mit kugelsicherer Weste und der Waffe in der Hand. Sie waren mit ausgeschalteten Scheinwerfern den Waldweg hochgefahren und konnten jetzt das Haus erahnen, es war nicht mehr weit. »Neun, hier ist Delta Eins. Ziel in Sicht auf vier Null Metern. Keine Zielperson. Over.« »Delta Eins, hier ist Neun. Position halten. Nicht ohne mein Befehl schießen. Over.« »Neun, hier ist Delta Eins. Verstanden. Over.« »Ganz dunkel«, flüsterte Curry und beugte sich zwischen den Sitzen vor. Munk nahm das Nachtfernglas und richtete es auf das verfallene Gebäude. Nichts deutete darauf hin, dass das kleine Haus bewohnt sein könnte. Das war sicher auch der Sinn der Sache. Die GPS-Koordinaten im Film hatten sie hergeführt für einen moment dachte er dankbar an gabriel mörk der mit hilfe eines kumpels in ungeheuer kurzer zeit die koordinaten beschafft hatte der junge hatte sich wirklich als glückstreffer entpuppt munk drückte wieder auf den knopf des Intercom. delta zwei hier ist neun kommen neun hier ist delta zwei over position over hier ist delta zwei wir haben zwei mann hinter dem haus osten drei vor dem eingang nordwesten in position null meter over delta zwei, hier ist neun auf weitere anweisungen warten over Komisch, dass da kein einziges Licht brennt", sagte Kim Kolzer, dem Munk das Nachtfernglas gereicht hatte. "Vielleicht ist sie nicht da", sagte Curry. "Vielleicht sind sie im Keller", sagte Munk. Er ließ sich von Kim das Fernglas zurückgeben und richtete es auf das kleine Haus. Sie waren mit drei Einheiten vor Ort: zwei von der Bereitschaftstruppe Delta, ein Scharfschützenteam und eine Einsatzeinheit. Dazu Munk, Kim und Curry. Munk reichte das Fernglas weiter und musste schmunzeln. Ludwig und Gabriel hatten unbedingt mitkommen wollen. Ludwig war das eine, aber Gabriel, der Junge hatte doch höchstens mal mit einer Zwille geschossen. Aber Mut, den hatte er. Wirklich ein Fang für das Team, das war er wirklich. Munk hatte den beiden natürlich aufgetragen, die Stellung zu halten. Sie hatten hier genug Leute. Wissen wir, ob sie auch Mia hat? fragte Kim. Wir wissen es nicht, aber wir wissen es trotzdem, oder nicht? fragte Curry. Ihr Auto wurde vor dem Pflegeheim gefunden sagte Munk. Und ihr Telefon wurde zuletzt irgendwo auf dem Drammenzweig geortet. Hat es sicher aus dem Fenster geworfen, zischte Curry. Hast du etwas über den Jungen herausfinden können, den kleinen Iverson? fragte Munk. Kim hatte seinen Auftrag ausgeführt und war gerade rechtzeitig zurückgekehrt, um das Team bei diesem Einsatz zu begleiten. Hab mit seiner Lehrerin gesprochen, Emilie Isachsen,« antwortete Kim. Überaus aktive Dame, großes soziales Gewissen, könnt mehr von der Sorte brauchen. Der Junge ist verschwunden, die Eltern sind verschwunden. Sie hatte gerade den kleinen Bruder aus dem Haus geholt. Der hatte eine Woche lang nichts mehr zu essen gehabt. Ich habe gesagt, sie soll keine Alleingänge machen, aber ich glaube nicht, dass sie sich daran hält. Sie ist sicher gerade auf dem Weg nach oben, um zu suchen. Rede mit Ludwig, sagte Munk, und die sollen aus Hönnefuß jemanden schicken. Schon geschehen, sagte Kim und nickte. Munk nickte beifällig zurück. Wenn er sich auf einen Mann verlassen konnte, dann auf Kim Kolze. Curry dagegen, den musste man im Zaum halten. Kim saß bewegungslos auf dem Vordersitz, während Curry fast nicht stillsitzen konnte. Was machen wir jetzt? fragte Curry und beugte sich abermals zwischen den Sitzen vor. Wir warten, sagte Munk. Worauf warten wir? Diese Irre hat Mia da drin. Wer weiß, was sie mit ihr macht? Soll mir nicht einfach reinrennen und die alte platt machen? Curry, sagte Kim mahnend. Ich weiß, was auf dem Spiel steht, sagte Munk ruhig. Mein Enkelkind ist da drin. Er musterte Curry mit einem unmissverständlichen Blick. Curry nickte leicht verlegen und ließ sich in seinen Sitz zurücksinken. Marion war dort drin. Munk riss sich zusammen. Er durfte jetzt nicht hineingleiten in die Großvaterrolle. Mickelson hatte natürlich darauf bestanden, daß Munk zu Hause blieb, daß er diesen Einsatz anderen überließ. Aber nicht einmal ein Bulldozer hätte Munk zurückhalten können. Er hielt sich abermals das Fernglas vor die Augen und schaute zu dem dunklen Haus hinüber. Wie lange warten wir noch? fragte Curry ungeduldig. Curry, sagte Kim abermals. Nein, er hat recht, sagte Munk verbissen. Es hat keinen Zweck zu warten. Er drückte wieder auf den Knopf des Intercom. Delta 2, hier ist 9. Kommen. 9, hier ist Delta 2, over. Delta 2, das hier ist 9. Standby zum Reingehen. Delta 2, verstanden, over. Munk überzeugte sich davon, dass die Glock entsichert war und nickte den beiden anderen zu. Sind wir soweit? Kim nickte. Und wie? sagte Curry. Munk öffnete langsam die Tür und stieg leise aus dem Audi. Als Marion Munk wach wurde, hatte sie wieder diesen komischen Geschmack im Mund. Sie hatte so schön geträumt, dass sie zu Hause war, dass Mama und Papa da waren und dass alles so war wie immer. Sie schlug die Augen auf und stellte fest, dass sie noch immer in dem kleinen, kalten, weißen Zimmer eingesperrt war, und sie trug auch noch immer dasselbe blöde, unbequeme Kleid. Sie machte sich unter der dünnen Decke ganz klein und fing an zu weinen. Sie wusste nicht, wie lange sie schon hier war, und es wurde auch nie das Licht ausgeschaltet. Sie hatte den Lichtschalter gesucht, hatte aber keinen finden können, nur kalte Wände und keine Fenster und keine Türen. Marion hatte so sehr geweint, dass sie fast keine Tränen mehr in den Augen hatte. Sie hatte an die Wände geklopft und gerufen und geweint, aber niemand war gekommen. Zuerst hatte sie nicht begriffen, warum. Sie kamen doch immer, wenn sie weinte. Mama oder Papa. Die kamen doch immer. Wie damals, als sie Fieber gehabt und geträumt hatte, Puh, der Bär, habe sich in ein riesiges Monster verwandelt, das sie fressen wollte. Da waren Mama und Papa sofort gekommen. Aber hier kam niemand. In diesem Zimmer passte niemand auf sie auf. Sie war ganz allein. Marion Munk schob den Daumen in den Mund. Und rollte sich im Bett zu einem kleinen Ball zusammen. Sie hatte ja schon längst damit aufgehört, aber jetzt fing sie wieder damit an. Sie berührte den Daumen mit der Zunge. Es war so ein schönes, vertrautes Gefühl, leckte daran. Etwas war komisch an dem Daumen. Sie zog ihn aus dem Mund und musterte ihn verwundert. Jemand hatte etwas in ihren Fingernagel geritzt. Da war eine Kerbe, fast wie ein Buchstabe. Wie Viviens Buchstabe im Kindergarten. V. Sie hatte ein V auf dem Daumen. Marion steckte den Daumen wieder in den Mund und fuhr mit der Zunge über die scharfen Kanten des Nagelbuchstabens. Zuerst hatte sie gezeichnet oder versucht zu zeichnen, das war nicht so einfach. Sie konnte die Zeichnung ja niemandem zeigen, sie war ganz allein hier. Dann hatte sie eine Superheldin gemalt. Eine Frau, mit der sie sprechen konnte und die auf sie aufpassen würde. Das machte es etwas leichter, hier zu sein. In dem weißen Zimmer gab es gewissermaßen keine Tage, es war die ganze Zeit hell und nirgendwo gab es ein Geräusch, außer wenn Essen aus der Luke in der Wand kam, der Luke, in der ein scheppernder Affe saß. Das Essen war komisch und schmeckte nicht besonders gut, aber sie aß trotzdem die ganze Zeit, denn sie hatte unvorstellbaren Hunger. Manchmal gab es eine Flasche Saft, aber meistens gab es nur Wasser. Es war sehr dumm zu essen, denn dann musste sie aufs Klo und im Zimmer gab es kein Klo, nur einen Papierkorb und der stank, der stank ganz schrecklich. Marion hatte einen kleinen Deckel gebastelt, einen Deckel aus der Pappe von dem Zeichenblock, und da stank es ein bisschen weniger, aber ihr grauste trotzdem, denn es war jetzt schon ziemlich viel im Papierkorb und das war furchtbar eklig. Obwohl es die ganze Zeit hell war, fiel das Schlafen ihr leicht. Eigentlich komisch. Jedes Mal passierte genau dasselbe. Wenn sie gegessen hatte, schlief sie ein, ohne müde gewesen zu sein. Es war fast, als ob das Essen sie einschlafen ließ, als ob es eine Art Zauberkost war oder so. Sie konnte sich gut an Alice im Wunderland erinnern, die so komisch geworden war, nachdem sie gegessen hatte. Sie war groß geworden und dann winzig. Also gab es Zauberkost. Aber konnte Essen auch dann magisch sein, wenn es schlecht schmeckte? Marion ließ die Zunge noch einmal über die Kerbe im Nagel gleiten. Als sie hörte, wie sich in der Wand wieder etwas regte, brrr, brrr. Jetzt kam die Zauberkost wieder durch die Wand zu ihr herunter. Sie stand auf und ging zu der Luke, blieb stehen und wartete darauf, dass das Essen landete. Sie kannte die Geräusche jetzt. Brrr, 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 brrr. Und dann klonk. Dann konnte sie aufmachen und nachsehen, was sie bekommen hatte. Meistens gab es Kartoffelbrei und Möhren und den grünen Kram, den sie gar nicht mochte. Blumenkohl, nein, Brokkoli. Nie Pizza oder Würstchen oder Tomatensuppe. Nie das, was sie gern aß. Marion blieb stehen und wartete auf das Klonk-Geräusch. Noch immer mit dem Daumen im Mund. Sie hörte nie, wie der Fahrstuhl wieder nach oben fuhr. Eigentlich war das komisch. Wenn der Fahrstuhl stoppte, nahm sie das Essen heraus, aß, und dann kam der Fahrstuhl wieder nach unten, weil sie geschlafen hatte. War das der Grund? Das war sicher der Grund. Die Zauberkost ließ sie einschlafen und der Fahrstuhl fuhr in der Wand wieder hoch, während sie schlief. So war das bestimmt. Jetzt machte es Klunk. Marion Munk öffnete die Luke, um zu sehen, was sie bekommen hatte. Diesmal gab es eine Flasche Saft, und das war jedenfalls gut. Aber das Essen sah ziemlich scheußlich aus. Es gab Kartoffeln und wieder dieses grüne Brokkoli. Sie nahm Teller und Flasche aus dem Fahrstuhl und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. Sie stocherte mit der Gabel, die auch mit dem Fahrstuhl gekommen war, im Essen herum, hatte eigentlich keinen Appetit. Sie wollte eigentlich nur weinen, nicht essen, nur weinen. Sie spürte, wie ihr wieder die Tränen kamen und kniff die Lippen zusammen. Weinen hatte keinen Zweck, nicht in diesem Zimmer, es kam ja doch keiner, egal wie viele Tränen flossen. Sie blieb mit der Gabel in der Hand sitzen und sah zu, wie die Tränen vor ihr auf den Teller tropften. Was, wenn sie das hier nicht aß? Sie hatte keine Ahnung, woher der Gedanke gekommen war, er war einfach plötzlich in ihrem Kopf. Was, wenn sie das hier nicht aß? Was dann? Würde sie dann wach bleiben? Würde sie hören, wie der Fahrstuhl wieder nach oben fuhr? Woher war dieser Gedanke eigentlich gekommen? Aus dem Nichts und dann in ihren Kopf. Es war doch eigentlich ein ganz toller Gedanke. Sie sprang auf und lief zur Luke hinüber, öffnete sie und schaute hinein. Sie könnte sich doch hineinsetzen, oder nicht? Sie hatte sich auch schon in kleineren Nischen versteckt. Einmal, als sie Verstecken gespielt hatten, war sie in den Schrank mit den Kochtöpfen in der Küche gekrochen und niemand hatte sie gefunden. Am Ende hatte sie selbst wieder herauskommen müssen. Und der Schrank war schrecklich eng. Alle waren total beeindruckt gewesen. Sie würde den Fahrstuhl an der Nase herumführen. Genau das würde sie. Sie würde so tun, als ob sie äße, würde das Essen ins Klo kippen, den Teller zu den anderen in die Ecke stellen und sich ins Bett legen. Der Fahrstuhl fuhr hoch, wenn sie schlief. Vielleicht auch, wenn sie sich schlafen stellte. Marion stellte sich mit dem Rücken zum Fahrstuhl und nahm den Teller vom Tisch. Der Fahrstuhl durfte nicht sehen, was sie machte, sonst überlegte er sich die Sache vielleicht anders. Sie hob vorsichtig den Deckel vom Eimer und warf das Essen hinein, so schnell sie konnte. Sie setzte sich ganz schnell wieder und schaute die Luke in der Wand an. Oi, jetzt bin ich aber satt, sagte sie laut und strich sich über den Bauch. Der Fahrstuhl blieb stumm. Er hatte offenbar nichts gemerkt. Oi, Jetzt bin ich aber müde, sagte sie und tat so, als ob sie ganz schrecklich gähnen müsste. Sie stellte den Teller auf den Stapel zu den anderen und ging zum Bett, legte sich hin, mit dem Gesicht zum Fahrstuhl und schloss die Augen. Sie blieb ganz still liegen, den Daumen im Mund. Sie konnte gut still liegen. Marion kniff die Augen zusammen und wartete auf das Fahrstuhlgeräusch. Es kam kein Geräusch. Sie merkte, dass sie ungeduldig wurde. Das hier war nicht so wie im Küchenschrank zu liegen. Da hatte sie ja gewusst, dass draußen jemand war, dass jemand nach ihr suchte, sich darauf freute sie zu finden. Hier kam niemand. Sie spürte, wie die Tränen wieder gegen ihre Augenlider drückten, aber sie konnte sie zurückhalten. Wenn sie weinte, schlief sie nicht. Das würde der Fahrstuhl sicher begreifen. Sie schob den Daumen noch tiefer in den Mund und versuchte an etwas anderes zu denken. Damals im Küchenschrank hatte sie in Gedanken ein kleines Spiel gespielt, hatte sich eine kleine Geschichte ausgedacht, eine Geschichte über Monster High, eine ganz eigene Geschichte, die sie nicht im Fernsehen gesehen hatte, eine, die sie sich selbst ausdachte. Da war die Zeit ganz schnell vergangen. Sie stellte sich vor, dass sie Laura war und vergessen hatte, die Hausaufgaben zu machen. Das war ganz schön blöd, denn jetzt würde der Lehrer kommen und dann müsste sie sagen, dass sie keine Aufgaben gemacht hatte und dazu hatte sie keine Lust. Draculaura konnte nämlich stark wirken, aber sie wollte gut in der Schule sein. Die anderen glaubten das vielleicht nicht, aber das wollte sie. Aber jetzt hatte sie sie vergessen, die Hausaufgaben. Marion wollte sich gerade überlegen, warum Draculaura ihre Hausaufgaben vergessen hatte, als sie plötzlich hörte, wie der Fahrstuhl sich bewegte. Brrr, brrr. Ohne nachzudenken sprang sie aus dem Bett und lief zur Luke, sie riss sie auf und kroch ganz schnell in das Loch in der Wand. Der Fahrstuhl war winzig klein, und zuerst wollte ihr Fuß gar nicht hineinpassen. Sie war im Fahrstuhl, und der Fahrstuhl fuhr nach oben, aber ihr Fuß war noch draußen im Zimmer. Sie zog ihr Knie mit einem Ruck an, und plötzlich war alles von ihr drinnen. Sie war im Fahrstuhl und war auf dem Weg nach oben. Der Fahrstuhl schaukelte und knirschte sich in der Wand nach oben. Marion konnte nichts sehen, krümmte sich so gut sie konnte zusammen und versuchte keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ihr Herz hämmerte wie wild, fast wagte sie nicht zu atmen. Brrr, brrr. Es ging langsam, langsam aufwärts und dann plötzlich Klonk. Der Fahrstuhl war stehen geblieben und hatte nicht bemerkt, dass Marion drinnen saß. Sie drückte vorsichtig gegen die Luke, und spürte zu ihrer großen Freude, dass die aufging. Marion Munk kletterte aus dem Fahrstuhl und schaute sich mit verdutzter Miene um. Sie stand in einem Wohnzimmer, in einem Haus, das sie noch nie gesehen hatte. Auch hier gab es keine Fenster. Doch, aber die Vorhänge waren davor. In einem Sessel an einem Tisch mitten im Zimmer saß eine Frau. Marion schaute sich um und ging zögernd auf die Frau zu. Sie hatte die Augen geschlossen und ein graues Band vor dem Mund eine Leitung führte in sie hinein mit Wasser oder so aus einem Beutel Marion erkannte die Frau sofort sie hatte sie schon oft gesehen es war opas Freundin mia die die aussah wie eine indianerin marion mochte mia mia machte immer jucks mit ihr sie war lieb gab ihr süßigkeiten wenn opa nicht hinschaute jetzt war sie tot sie war tot auf einem stuhl mit klebeband vor dem mund Marion Munk blieb unschlüssig stehen und schaute sich fieberhaft um. Da gab es einen Flur mit Schuhen und Stiefeln, genau wie zu Hause. Und eine Tür. Eine Haustür. Marion schlich vorsichtig auf die Tür zu. Das blöde Kleid machte das Gehen schwer, machte auch blöde Geräusche. Sollte sie sich trauen, die Tür aufzumachen? Wer wusste denn, was sich dahinter verbarg, in diesem Haus, wo alles so komisch war? Halt. Marion fuhr zusammen, als sie die schrille, erboste Frauenstimme hinter sich hörte. Halt! Halt! Marion Munk griff nach der Klinke, zog die Tür auf und rannte so schnell sie konnte in die Dunkelheit hinaus. Karianne Kohlstadt hasste das lose Verkaufen. Lose Verkaufen war so ungefähr die unangenehmste Beschäftigung, die sie sich vorstellen konnte. Die 14-Jährige hatte wegen der blöden Lose schon mit dem Gedanken gespielt, aus der Blaskapelle an ihrer Schule auszutreten. Sie hatte nichts dagegen, dass sie Geld verdienen mussten. Sie hatte Steine gesammelt und Erdbeeren gepflückt. Aber diese blöden Lose konnte sie nun mal nicht leiden. Karianne Kohlstadt war schüchtern. Deshalb wollte sie keine Lose verkaufen. Denn dann musste sie an Türen klingeln und mit Leuten reden. Karianne Kohlstadt zog die Jacke fester um sich zusammen und ging die Straße hinunter zu Tom Laurets Larschen. Bei Larschen konnte sie klopfen. Das würde schon gehen. Der Schweinezüchter war ja komisch, aber er war nett. Sie hatte schon oft mit ihm gesprochen. Zuletzt hatte er fast ihren ganzen Losblock gekauft. Vielleicht würde sie auch diesmal solches Glück haben. Karianne Kohlstadt öffnete das Tor und betrat den Hofplatz. Tom Lauritz Larschen war berühmt geworden, als jemand einer seiner Sauen den Kopf abgeschnitten hatte. Hammer Arbeiterblatter hatte darüber berichtet. Mehrmals sogar. Einmal als der Kopf verschwunden und dann als er wieder aufgetaucht war. Schwein aus Hamer auf Stange im Kindermordfall gefunden, hatte dort gestanden, und die Zeitung hatte ein Bild von Larschen und seinem Betriebshelfer gebracht. Kariane Kohlstadt wusste alles über die verschwundenen Mädchen, sie hatte in den Zeitungen jedes Wort über die Mädchen gelesen. Sie hatten auch gemeinsam darüber gesprochen, zuerst in der Schule, dann in der Blaskapelle, dann im Gemeindehaus, wo alle sich versammelt hatten, nicht nur die mit Töchtern, die bald eingeschult werden würden, sondern fast alle aus dem Dorf. Sie hatten Kerzen für die toten Mädchen angezündet, und Karianne hatte mit ein paar anderen eine Facebook-Gruppe für die Mädchen gegründet. Eine Facebook-Gruppe zu gründen war einfach. Sie konnte dabei hinter ihrem Rechner sitzen, nicht so wie jetzt, wo sie mit Leuten reden musste. Sie ging zum Haus und klopfte an die Tür. Es wurde draußen rasch dunkel, aber hinter dem Küchenfenster brannte Licht. Sie konnte auch Musik hören, also war er wohl zu Hause. Sie klopfte noch einmal, dann wurde die Tür geöffnet. Sie holte tief Luft und riss sich zusammen, versuchte ein wenig zu lächeln. Hallo? fragte Larschen und musterte sie freundlich. »Musst du wieder Lose verkaufen? Oh puh, danke. Da brauchte sie nichts zu sagen. Ja. Sie nickte erleichtert. Dann komm mal rein, sagte Larschen und spähte in die Dunkelheit hinter ihr. Bist du denn so spät noch allein unterwegs? fragte er, als sie in der Küche standen. Ja. Kariane nickte verlegen. Und worum geht es diesmal? Tom Lauritz Larschen hatte schon seine Brieftasche gezückt und hielt sie in der Hand. Wir wollen zu einem Blaskapellentreffen in Schweden. Das wird doch sicher schön. Ich glaube schon, antwortete Kariane höflich und nickte. Ehm, ich bin ja nicht gerade Krösus, sagte Larschen schmunzelnd und zog einen Hunderter aus der Brieftasche. Aber ich muss doch die Jugend unterstützen, findest du nicht? »Danke«, sagte Kariane lächelnd, »die kosten zwanzig Kronen das Stück, und Sie können einen Obstkorb und Kaffee und Sachen gewinnen, die wir selbst gebastelt haben.« »Ach, ich gewinne bestimmt nichts. Aber kaufen wir dich trotzdem«, sagte Larschen und zwinkerte ihr zu. »Ich habe leider nur hundert Kronen, das ist Pech.« »Hundert Kronen, fünf Lose. Dann musste sie an diesem Abend noch weitergehen. Sie hatte es so lange wie möglich hinausgezögert.« der Block musste am nächsten Tag bei der Probe abgeliefert werden, und sie musste noch immer viele Lose absetzen. Ja, ja, das ist immerhin etwas. Larschen reichte ihr den Hunderter und ließ sich von ihr die Lose geben. Sei aber vorsichtig, sagte er ein bisschen besorgt, als sie wieder auf der Treppe vor dem Haus standen. Er starrte wieder in die Dunkelheit hinter ihr und rümpfte ein wenig die Nase. Seit der Schweinekopf verschwunden war, war offenbar etwas mit ihm geschehen. Bei ihrem letzten Besuch hatte er nicht so nervös gewirkt. Kariane Kohlstadt ging über den Hofplatz und durch das Tor. Sie folgte der Straße nach oben Richtung Wickbrücke und spielte schon mit dem Gedanken, nach Hause zu gehen, den ganzen Losverkauf zu vergessen, als sie plötzlich Zeugin einer unwirklichen Szene wurde. Zuerst begriff sie nicht, was sie da sah. Das war unmöglich. Tangen, das langweiligste Kaff aller Zeiten. Hier passierte doch nie etwas. Auf der anderen Straßenseite lag ein kleines Haus sie wusste nicht, wer dort wohnte, hatte eigentlich geglaubt, es stehe leer, nie wurde jemand beim Hineingehen oder Herauskommen gesehen. Jetzt stand die Tür sperrangelweit offen, und ein kleines Mädchen rannte die Treppe herunter. Das Mädchen trug ein komisches Kleid und schrie laut. Kariane Kohlstadt erkannte sie sofort. Sie hatte sie in den Zeitungen gesehen, sie hatte ein Bild von ihr auf ihrer Facebook Seite. Es war das Mädchen Nummer fünf. Es war Marion Munk. Kariane erstarrte, ihr fiel die Kinnlade herunter. Das kleine Mädchen lief die Treppe herunter und fiel der Länge nach in den Kies. Hinter ihr kam eine Frau angestürzt. Marion rappelte sich auf, schaute sich um, schrie auf und rannte weiter. Die Frau hinter ihr war viel schneller, hatte sie mit einem Satz eingeholt, hielt dem kleinen Mädchen den Mund zu, zerrte sie zurück ins Haus und schloss die Tür. Dann war alles wieder still. Kariane Kohlstadt stand unter Schock. Geld und Losheft und Telefon waren auf die Erde gefallen. Sie bückte sich danach, hob das Telefon auf, und wählte mit zitternden Fingern die 112. Lukas legte die Pistole auf den Boden und schob den Schlüssel ins Vorhängeschloss. Draußen war es jetzt kühl. Er spürte die kalte Abendluft im Nacken. Er öffnete das Schloss und hob die schwere Holzluke hoch. Er leuchtete in den dunklen Raum. Der Lichtkegel glitt an einer Leiter hinunter und traf einige Meter weiter unten auf den Betonboden auf. Er schob die Pistole in den Hosenbund und kletterte die Leiter hinunter. Der Junge und Rackel standen mit einer Decke um die Schultern da, als er herunterkam. Er leuchtete sie an, senkte die Taschenlampe, als er sah, dass sie die Hand an die Stirn legten, weil der grelle Lichtstrahl sie blendete. Ich bin Jesus, sagte er so ruhig er konnte, fürchtet euch nicht, ich werde euch nichts tun. Er leuchtete den Raum ab, Fand das Gesuchte. Einen Kanister, der vor einem Regal voller Pappkartons stand. Der Junge und Rackel kamen zögernd auf ihn zu. Können wir gehen? fragte der Junge leise. Ja, ihr könnt gehen, sagte Lukas. Geht mit Gott. Das Tor steht offen. Er erwiderte für einen Moment den Blick des Jungen, als der in dem kalten Raum an ihm vorbeiging. Danke sagte der Junge und legte ihm vorsichtig die Hand auf den Arm. Ich bin Jesus, sagte Lukas noch einmal, lächelte und leuchtete mit der Taschenlampe, damit der Junge und Drakel die Leiter sehen konnten. Er wartete, bis beide oben waren, dann leuchtete er wieder die Regale an und griff nach dem Kanister. Der war schwer, aber er konnte ihn die Leiter hochtragen, zog ihn mit der Taschenlampe unter dem Arm die Sprossen hoch. Er klappte die Luke zu, blieb stehen, und schaute für einen Moment zu den Sternen hoch. Er hatte nur selten etwas so Schönes gesehen. Er lächelte glücklich und ging über den Hofplatz. Der Pastor stand in der Kirche vor dem Altar an der Querwand und kehrte ihm den Rücken zu. Er drehte sich um, als er Lukas hereinkommen hörte. Wie ist es gegangen? fragte der Pastor milde und kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, er blieb geschockt mitten in der Kirche stehen, als er sah, was Lukas in der Hand hielt. Lukas hatte die Pistole aus dem Hosenbund gezogen und zielte damit auf die Brust des Pastors. Lukas, was soll das? Ich rette dich, sagte Lukas lächelnd und ging langsam auf den weißhaarigen Mann zu, wie meinst du das, mein Sohn? fragte der Pastor und biss die Zähne zusammen. Komm zu mir, mein Sohn. Gib mir die Pistole. Du weißt nicht, was du tust. Er streckte die Arme nach dem blonden Jungen aus. Psst, sagte Lukas, und jetzt funkelten seine Augen. Spürst du das nicht? Was denn? stammelte der Pastor dass der Teufel in dich gefahren ist. Jetzt redest du Unsinn, mein Sohn, sagte der weißhaarige Mann nervös. Nein, erwiderte Lukas ernst, der Teufel hat in dir seine Wohnstatt genommen, aber es ist nicht zu spät. Ich wurde auf die Erde geschickt, um dich zu retten. Das ist meine Berufung. Aber zum Teufel, Lukas, stotterte der Pastor. Siehst du? Lukas nickte. Der Teufel hat dein Herz an sich genommen, er spricht durch deinen Mund, wir tun so etwas unseren Kindern nicht an, wir tun den Menschen so etwas nicht an, wir helfen ihnen, wir schaden ihnen nicht, das ist nicht Gottes Wille, es ist nicht deine Schuld, du bist unschuldig, der Teufel hat dich in die Irre geführt, hat dich dazu gebracht, ihn einzuladen, hat deine Seele genommen, hat dich dazu gebracht, anderen Böses zu wünschen. Alles wird jetzt gut werden, Papa. Wir können heute noch reisen. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Lass uns zusammen gen Himmel fahren. Gib mir die Pistole, du Verdammter! rief der Pastor verzweifelt, aber es war zu spät. Lukas drückte auf den Abzugshahn, schoss dem weißhaarigen Mann zwei Kugeln in die Brust und ließ die Pistole fallen. Der Pastor wurde rückwärts geschleudert und blieb keuchend vor Lukas liegen. Lukas öffnete den Kanister und fing an, den Inhalt an die Wände zu gießen. Er ließ sich Zeit, sie hatten es nicht eilig. Jetzt verteilte sich der Benzingeruch im Inneren der kleinen Kirche. Pastor Simon lag auf dem Rücken, sein Mund stand halb offen und er sah Lukas mit panischer Angst an und presste sich verzweifelt die Hände auf die Brust. "Schönheit", dachte Lukas, als er sah, wie das frische Blut kleine Bäche auf den frisch geschliffenen Boden malte. Er leerte den Kanister vor dem Altar aus und ging zurück zum Pastor, der sich jetzt an den Hals griff und etwas zu sagen versuchte, aber aus seiner Kehle kamen nur Gurgelgeräusche. Fürchte dich nicht, sagte Lukas und streichelte die weißen Haare des Pastors. Er erhob sich wieder und zog das Feuerzeug aus der Hosentasche, überzeugte sich davon, dass es funktionierte, sah die kleine Flamme an, die vor ihm flackerte, ging auf die andere Seite, bückte sich, zündete das Benzin an, machte weiter, bis das ganze weiße Kircheninnere von brennendem Licht erfüllt war. Er lief zum Pastor zurück, kniete neben ihm nieder und nahm seine Hand. Die ganze Kirche stand jetzt in Flammen, Vorhänge, Wände, Fußboden, sogar der Altar. Lukas lächelte und fing an zu summen, er streichelte behutsam die weiße Mähne des Pastors. Siehst du den Teufel? Jetzt verlässt er dich. Ist das nicht schön? Dabei lachte der junge Mann, der Pastor starrte ihn entsetzt an, sein Körper zitterte, Blut strömte aus den Wunden in seiner Brust, die Flammen loderten bis zur Decke empor, überall waren Flammen. Wir sehen uns zu Hause, Papa, sagte Lukas lächelnd, und schloss die Augen. Holger Munk schlich mit dem Gefühl, dass etwas nicht stimmte, auf das kleine alte Haus zu. Die Fenster waren mit Brettern zugenagelt, im Dach klaffte ein großes Loch, es sah aus, als ob hier seit Jahren niemand mehr gewohnt hätte, und als ob das Haus jederzeit einstürzen könnte. War es wirklich möglich, dass Karen sich hier verkrochen hatte, in dieser Bruchbude? Seltsam. Je näher sie dem Haus kamen, umso stärker wurde sein Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Delta alle, hier ist neun, flüsterte er ins Mikrofon und merkte, dass das Telefon in seiner Tasche vibrierte. Wie sieht's aus? Negativ, lautete die leise Antwort in seinem Ohr. Er konnte sehen, wie Curry wenige Meter von ihm entfernt mit erhobener Pistole von einem Fuß auf den anderen trat. Der Kollege zuckte mit den Schultern und sah ihn an. Worauf warten wir? In diesem Haus wohnte bestimmt niemand. Hatte sie sich darunter einen Unterschlupf bauen lassen? Den kleinen Raum, den sie im Kiesefilm gesehen hatten? Nachdem, was er dem Filmstummel entnommen hatte, war der Raum zu klein gewesen. Es konnten zwar mehrere solche Räume nebeneinander liegen, aber dennoch. Er versuchte verzweifelt, sich zu einer Entscheidung durchzuringen. Sie durften absolut keine Zeit verlieren. Sie hatte Marion. Sie hatte Mia. Sie mussten etwas unternehmen. Es konnte auch jetzt schon zu spät sein. Schon zu spät. Er wagte nicht einmal an die Konsequenzen zu denken, wenn das stimmte. Für Miriam, für Marion, für sie alle. Alle in der Einheit. Nicht zuletzt für ihn selbst. Neun, hier ist Delta Eins, ertönte es leise in seinem Ohr. Wir sind Standby, bereit zum Reingehen. Klar Signal für Go? Over? Curry zuckte wieder mit den Schultern. Er wurde ungeduldig. Er schien zu allem bereit zu sein. Und wenn Munk nicht bald den Befehl erteilte, würde er das Haus auch so stürmen. Munk kniete sich ins Gras nur wenige Meter vom Haus entfernt und versuchte sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Und dabei merkte er zum zweiten Mal, dass es in seiner Tasche vibrierte. Nein, das konnte nicht möglich sein. Sein Gefühl sagte ihm, dass es nicht möglich war. Einen abgeschlossenen unterirdischen Raum bauen, ja, aber eine ganze Abteilung zum Wohnen und Leben? Warum in aller Welt sollte jemand das tun? Es müsste doch viel leichter sein, den Keller in einem Haus ausbauen zu lassen, das nicht kurz vor dem Einsturz stand. Neun, wurde per Intercom gefragt. Auch andere außer Curry wurden unruhig. Das ganze Team stand in den Startlöchern. Sein Telefon vibrierte noch immer an seinem Hosenbein wie eine wütende Wespe. Er zog sein Telefon aus der Hosentasche und warf einen raschen Blick darauf, während er mit der anderen Hand das Licht des Displays abzuschirmen versuchte er hatte zwei anrufe von ludwig grönli und eine meldung erhalten die ihm jetzt entgegenleuchtete falscher ort ausrufezeichen zeugen hat marion gesehen ruf an ausrufezeichen delta alle delta alle hier ist neun sagte er entschieden ins interkom wir haben einen neuen ort geht zurück und wartet auf einen neuen befehl ich wiederhole nicht hineingehen wir haben einen neuen ort zurückgehen und neuen befehl abwarten er richtete sich auf lief zum auto und wählte ludwig grönlis nummer Emilie Isachsen saß in ihrem Auto und fuhr den schmalen Kiesweg in den Wald hoch. Sie hatte lange für und wieder abgewegt. Sie hatte schließlich Torben eine Pizza versprochen, aber der kleine Junge war offenbar auch mit der Schokolade und der Banane zufrieden gewesen, die sie noch in der Tasche gehabt hatte. Sie wusste nicht genau warum, aber sie hatte das Gefühl, dass es eilte. Tobias. Er war jetzt seit einer Woche verschwunden, hatte zu einer Art Sekte im Wald gewollt, zu den Christenmädchen, wie Torben gesagt hatte. Sie wollte sich gar nicht vorstellen, dass er jetzt vielleicht irgendwo eingesperrt war, dass er jetzt Hilfe brauchte. Sie musste etwas tun, auch wenn es vielleicht vergeblich wäre, sie wusste ja nicht einmal genau, wo diese Sekte sich aufhielt. Aber sie hatte sich über die zögerliche Reaktion der Polizei so geärgert, und da hatte sie beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und Torben, der jetzt mit einem Lächeln und Schokolade um den Mund neben ihr saß, wirkte durchaus munter. So einen Fall hatte sie noch nie gehabt diese kinder brauchten ein neues zuhause eigentlich um jeden preis so konnte man kinder doch nicht behandeln emilie isachsen war so wütend sie hätte gern mit der faust aufs lenkrad geschlagen riss sich aber zusammen wegen torben sie war dennoch nicht sicher ob sie die richtige entscheidung getroffen hatte es war jetzt dunkel draußen sie hatte nur ihre scheinwerfer der weg war holprig ringsum nur wald wenn plötzlich ein elch aufgetaucht wäre hätte sie unmöglich rechtzeitig halten können also fuhr sie langsam das Auto schlich den Kiesweg hoch, und als ob die Sicht nicht ohnehin schlecht genug gewesen wäre, fielen jetzt auch noch kleine Regentropfen auf die Windschutzscheibe. Das Jugendamt. Sie wusste nicht viel darüber, wie das vor sich ging. Sicher mussten Briefe geschrieben werden, die Eltern einbestellt, sie mussten ihre Erklärung abgeben dürfen, ein langer Papierkrieg, vielleicht eine Gerichtsverhandlung, es war nicht so einfach, Eltern ihre Kinder wegzunehmen. Und das war ja auch richtig so. Aber in diesem Fall, wenn die Eltern nicht einmal aufzufinden waren? Sie hatte eine Bekannte, die beim Jugendamt arbeitete, Agnete, sie hatten sich beim Aerobic kennengelernt und einige Male zusammen Kaffee getrunken. Sie beschloss, Agnete nachher anzurufen, sowie sie diesen schrecklichen Kiesweg hinter sich hätten. Agnete würde wissen, was hier zu tun war. Der Regen wurde stärker, und es war wirklich schwer, durch die Windschutzscheibe noch etwas zu sehen. Sie wusste nicht einmal, wie weit es noch war. Es kam ihr nicht vernünftig vor weiterzufahren, Sie hatte immerhin einen kleinen Jungen im Auto. Besser, sie kehrte um, ließ die Polizei nach Tobias suchen und kümmerte sich derweil um Torben, gab dem Jungen mehr zu essen und ein warmes Bett, nahm Kontakt mit dem Jugendamt auf, setzte den Prozess in Gang, der diesen beiden Jungen eine gute Pflegefamilie geben könnte, mit zuverlässigen, verantwortungsbewussten Erwachsenen, die sie gern hatten, die sich um sie kümmerten, wie man sich um Kinder kümmern musste. Sie wollte gerade nach einer Stelle zum Wenden Ausschau halten, als plötzlich mitten auf dem Weg zwei Gestalten auftauchten, Hand in Hand, geblendet vom Scheinwerferlicht. Tobias! Emilie Isachsen spürte, wie ihr Herz einen gewaltigen Sprung machte, als sie die beiden Nachtwanderer bei der Begegnung mit den grellen Scheinwerfern ängstlich an den Wegesrand laufen und im Wald verschwinden sah. Sie trat auf die Bremse, ließ den Motor laufen, zog die Handbremse an und sprang in den Regen hinaus. Tobias! rief sie. Nirgendwo war etwas zu hören. Nur schwere Regentropfen, die auf den Kies prasselten und unheilverkündend auf die Motorhaube trommelten. Tobias! rief sie noch einmal, während das Wasser über ihr Gesicht strömte. Ich bin's, Emilie! Hab keine Angst! Du kannst rauskommen! Alles ist in Ordnung! Ich wollte dich abholen! Tobias! Bist du da? Sekunden vergingen, die für Emilie wie eine Ewigkeit schienen. Dann bewegten sich nicht weit von ihr entfernt ein paar Zweige, und dann tauchten zwischen den Bäumen zwei fragende Gesichter auf. Emilie? fragte Tobias ungläubig und kam langsam auf sie zu. Ja, sagte Emilie lächelnd, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung mit dir? Der hübsche Junge sah erschöpft und verwirrt aus, aber er war immerhin am Leben. Danke, zum Glück. Das ist Drakel, sagte Tobias zaghaft und zeigte auf das Mädchen, das sich hinter ihm versteckte. Das Mädchen, das ein weites und schweres graues Wollkleid und eine weiße Haube trug, als ob es aus einem anderen Jahrhundert stammte, stand zitternd hinter Tobias und wagte nicht ganz, sich zu zeigen. Sie braucht Hilfe, sagte Tobias, und erst jetzt sah Emilie, wie erschöpft der Junge wirklich war. Sein Blick war unstet, und er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er steigt ein, sagte Emilie und öffnete die Hintertür. Tobias. rief Torben erleichtert. Der kleine Junge hatte seinen Sicherheitsgurt geöffnet und sprang auf den Rücksitz, um seinen Bruder ausgiebig zu umarmen. Um alles in der Welt. Was hatten diese Kinder bloß durchgemacht? Emilie setzte sich ans Steuer und fand eine Stelle zum Wenden. Geht es euch gut? fragte sie, als sie ein Stück den Weg hinuntergefahren war. Sie fing im Rückspiegel Tobias Blick ein. Der Junge sah noch immer ziemlich verwirrt aus, aber egal, was hinter ihm lag, Jetzt schien ihm langsam aufzugehen, dass sie in Sicherheit waren. Uns geht's gut, sagte er mit zitternder Stimme. Kannst du uns helfen? Er schaute Emilie im Rückspiegel an. Natürlich, sagte Emilie und nickte. Jetzt wird alles gut, Tobias. Das verspreche ich dir. Emilie Isachsen fuhr so schnell, wie sie es auf dem schmalen Kiesweg wagte, und steuerte dann die Stadt unten im Tal an. Zum zweiten Mal in weniger als einer Stunde saß Holger Munk mit dem Fernglas vor den Augen in einem Auto, während das Delta-Team bereits zum Einsatz war. Diesmal vor dem richtigen Haus, garantiert richtig. Ein Mädchen hatte sie gesehen, Marion. Sie war aus diesem Haus gelaufen und dann wieder eingeholt worden von Karen Nieland. Das Mädchen kam aus dem Ort und wusste, wovon sie redete. Hier gab es keine Fragen. Und während ihm vorhin, als sie vor der alten Bruchbude gestanden waren, alles falsch vorgekommen war, wirkte es jetzt absolut richtig. Es war ein altes, rotes Haus, ein wenig heruntergekommen, aber bewohnbar. Aus den Fenstern drang ein etwas zu schwaches Licht, als ob sie mit Folie beklebt wären, um den Einblick zu verhindern. Eine dünne Rauchfahne stieg aus einem Schornstein aus Ziegelsteinen auf. Ein idyllischer Kleinbauernhof auf dem Land, von außen aber alle, die jetzt draußen bereitstanden, wussten, dass es im Haus ganz anders aussah. Dort war Karen Nielund, die vier sechs Jahre alte Mädchen ermordet hatte, die die Leben von unschuldigen Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freundinnen, Nachbarn zerstört, ihnen unvorstellbare Schmerzen zugefügt hatte, die niemals verschwinden würden. Sie hatte ihn glauben lassen, dass er vielleicht Zuneigung oder Liebe erwarten könnte. Er spürte, wie der Hass in ihm aufwallte. Seine Stirn war heiß und seine Handflächen schweißnass, aber er versuchte die Ruhe zu bewahren. Sie hatte Marion. Marion war am Leben. Jedenfalls war sie das vor weniger als einer Stunde noch gewesen. Holger Munk wagte nicht zu überlegen, ob auch Mia im Haus war und was mit ihr geschehen sein könnte. Er musste schnell handeln, aber nicht zu schnell. Sie mussten sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Sie mussten alle Teams postieren. Munk warf einen raschen Blick die Straße hinab, wo vor kurzem drei Rettungswagen vorgefahren waren, alle drei ohne Licht, um kein Aufsehen zu erregen. Curry saß ungeduldig auf der Rückbank und tippte sich mit der Pistole auf den Oberschenkel. Kim Kolze saß wie immer da wie eine Salzsäule neben Munk, den Blick auf die Tür gerichtet, die sie bald einrennen würden. Delta 1 hier ist neun kommen. Nein, hier ist Delta 1, wir sind in Stellung, over. Delta 2 hier ist neun kommen. Neun, hier ist Delta zwei. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Over. Delta zwei, hier ist Neun. Verstanden. Wir warten ab. Over. Was zum Teufel ist denn jetzt los? Fragte Curry ungeduldig. Wir warten ab, sagte schroff. Worauf warten wir denn? Mia ist da drin zum Henker. Der Kahlköpfige Polizist konnte kaum die Ruhe bewahren. Seine Finger trommelten hektisch auf seinem Oberschenkel und seine Augen waren schmal. Sein Blick wütend. Wir warten, bis Delta zwei in Stellung ist, sagte munk so ruhig er konnte. Reg dich ab, Curry sagte Kim, der noch immer bewegungslos auf dem Vordersitz saß. Scheiß drauf. hört sie plötzlich vom Rücksitz. Alles ging so schnell, dass Munk nicht mehr reagieren konnte. Curry hatte bereits die Hintertür aufgerissen und rannte auf das Haus zu. Munk öffnete seine Tür und lief los, gefolgt von Kim. Er wollte rufen, konnte aber das Risiko nicht eingehen, Karen zu warnen. Verdammt. Er lief so schnell, wie sein Körper es zuließ, über den Kiesweg, durch das Tor, über den Plattenweg und hatte gerade die Treppe erreicht, als Curry auf die Klinke drückte und ins Haus lief. Und dann schien alles in Zeitlupe abzulaufen. Munk sah für einen Moment Karens überraschten Blick, dann knallte es, kalt erwischt. Es war deutlich, dass sie damit wirklich nicht gerechnet hatte, aber die rotblonde Frau konnte trotzdem noch ihr Schrotgewehr auf Curry richten, der sich zur Seite warf, als es knallte. Hatte sie ihn getroffen? Curry, du verdammter Idiot. Noch immer an Zeitlupe stand sie ihm jetzt gegenüber, ihre Hände hatten die Waffe so festgepackt, dass ihre Fingerknöchel ganz weiß waren, sie wollte den Mund öffnen und etwas sagen, als ihr Finger sich um den Abzugshahn krümmte, aber jetzt war für Holger Munk Schluss mit der Zeitlupe, er hob seine Waffe und drückte zweimal ab, einmal in den Hals, noch einmal mitten ins Herz, Karen nielend, zuckte zusammen, ging rücklings zu Boden und blieb liegen, während ihr das Blut über Brust und Arme strömte. Und dann sah er mir. Sie war vor der Wand an einen Sessel gefesselt, Klebeband vor dem Mund, eine Nadel in der Hand, an einer Art Tropf. Oh nein, verdammt, verdammt, nein, nein, nein. Holger Munk war wie gelähmt, stand vor seiner leblosen Kollegin und merkte nicht, wie alle anderen hinter ihm hereingestürmt kamen. Kim, das Delta-Team, der Arzt, die Besatzungen der Rettungswagen. Er konnte kein Wort herausbringen, während er die Menschen ansah, die meilenweit weg zu sein schienen die seine Kollegen aus dem Sessel befreiten und sie zu einem Rettungswagen trugen. Er registrierte nicht, wie Curry aufstand, ihn am Arm fasste und hinausführte. Holger Munk kam erst zu sich, als plötzlich Kim in der Tür stand, mit einer zitternden kleinen Gestalt in den Armen. Marion. Sie war am Leben, in schlechtem Zustand, aber sie atmete. Krankenwagen. rief Holger Munk und half dem Kollegen, das kleine Mädchen die Treppe hinunterzutragen. Teil 7 Der Wartebereich der Intensivstation im Krankenhaus Ölewol war überfüllt. Eine Pflegerin war mehrere Male herausgekommen und hatte sie höflich gebeten, vielleicht anderswo zu warten, aber Munk hatte nur abgewinkt. Im Raum herrschte eine bedrückte Stimmung. Gabriel Mörk saß mit den Händen im Schoß auf einem Stuhl, ausnahmsweise einmal ohne Bildschirm, und starrte Löcher in die Luft. Annette und Ludwig saßen auf einem Sofa und hatten für Kim und Körrer Platz gemacht. Das ganze Team. Saß jetzt in dem kleinen Raum mit ernsten Blicken, niemand sagte besonders viel. Annette war eben draußen gewesen, um mit Mickelson zu telefonieren. Sie hatte Munk zugezwinkert, als sie wieder hereingekommen war, und Munk hatte genickt und das Zwinkern erwidert, ehe der Ernst sich wieder über den Raum gesenkt hatte. Curry lief hin und her und wollte sich setzen, konnte seinen massigen Körper aber einfach nicht zur Ruhe bringen. Zum Teufel! sagte Curry und machte eine hilflose Handbewegung. Die müssen uns doch irgendwas sagen können. Setz dich, sagte Annette. Die sagen uns erst etwas, wenn sie etwas wissen. So ist das eben. Ach, verdammt, sagte Curry und drehte weiter seine Runden auf dem blauen Linoleumboden. Jemand Kaffee? fragte Ludwig und erhob sich. Der erfahrene Polizist machte eine düstere Miene und war von der Situation genauso bedrückt wie die anderen. Zwei Arme wurden hochgereckt. Ludwig nickte und verschwand auf dem Gang. Miriam kam herein. Munk ging auf sie zu und umarmte sie. Alles in Ordnung bei dir? Seine Tochter nickte und drückte ihm die Hand. Es geht mir gut, es geht mir jetzt wirklich gut. Sie sah Kim auf dem Sofa, lief zu ihm und legte ihm die Arme um den Hals. Danke, sagte sie. Sie wischte sich eine Träne von der Wange. Großer Gott, das ist doch nicht der Rede wert, sagte Kim. Hab nur meinen Job gemacht. Nein, danke, das meine ich wirklich. Danke sagte Miriam und umarmte ihn wieder. Dann lief sie zu Curry und umarmte auch ihn. Curry schien diese Aufmerksamkeit ein bisschen peinlich zu sein. Er nickte Miriam zu und erwiderte die Umarmung. Es geht ihr gut? fragte Munk und kam zu seiner Tochter herüber. Marion geht es gut, sagte Miriam und wischte sich noch eine Träne von der Wange. Sie ist bei Johannes. Sie ist erschöpft, aber überraschend lebhaft. Sie hat nach Opa gefragt. Munk lächelte. Was Neues wegen mir? Fragte Miriam jetzt ernst. Nein, sagte Munk und machte wieder ein düsteres Gesicht. Eine Ärztin kam durch den Gang mit Papieren in der Hand. Ion Larschen? Fragte sie und ließ ihren Blick über die Runde wandern. Curry, sagte Annette. Was? Fragte Curry. Sie hat nach dir gefragt, sagte Annette und zeigte auf die Ärztin. Curry drehte sich um. Ion Larschen? Fragte die Ärztin noch einmal und schaute in ihre Unterlagen. Ja, das ist das, das bin ich sagte Curry und hob eine Hand. Die andere presste er sich vor den Bauch. Wollen wir mal schauen? Nein, nein, das, das geht schon, sagte Curry und winkte mit der unversehrten Hand ab. Munk sah seinen Kollegen streng an, aber der sah ihm noch immer nicht in die Augen. Curry hatte den Einsatz fast ruiniert, hatte durch seinen waghalsigen Auftritt das Leben aller aufs Spiel gesetzt, aber das musste jetzt warten, für die Abmahnung war später noch Zeit. Munk sah zu den Türen der Intensivstation hinüber, aber dort war noch immer nichts zu sehen. Ich glaube, wir schauen trotzdem mal nach, sagte die Ärztin und lächelte Curry an. Curry seufzte und folgte ihr widerstrebend über den Gang. Haltet mich auf dem Laufenden, rief er und machte mit der gesunden Hand eine ausholende Geste in die Runde. Die Briefing heute Abend? fragte Annette und sah Munk an. Nein, nein, wir warten, sagte Munk, und fuhr sich mit den Fingern durch den Bart, als sich die Türen öffneten und ein Arzt herauskam. Die Angehörigen von Mia Krüger, eine Menge Hände wurden in die Höhe gereckt. Wie geht es ihr? fragte Munk und ging auf den Arzt zu. Das war um Haaresbreite, aber es ist gut gegangen. Man konnte die Erleichterung in dem kleinen Raum geradezu greifen. Gabriel sprang auf und umarmte Annette. Kim grinste von einem Ohr zum anderen. Können wir zu ihr? fragte Munk. Sie ist noch sehr schwach, sagte der Arzt, aber einen Besuch können wir erlauben, der muss allerdings kurz sein. Ich, sagte Munk. Er zog seinen Daffelkot aus, reichte ihn Miriam und folgte dem Arzt auf die Intensivstation. Mir lag mit geschlossenen Augen im Bett, als sie hereinkamen. Kurzer Besuch, sagte der Arzt streng und verschwand. Munk ging zum Bett und legte seine Hand auf ihre. Mia öffnete langsam die Augen und lächelte, als sie ihn sah. Hast du geraucht oder was? fragte sie leise. Schon länger nicht mehr, sagte Munk lächelnd. Gut für dich, sagte Mia und schloss die Augen wieder. Munk drückte vorsichtig ihre Hand. Haben wir sie erwischt? fragte Mia leise. Wir haben sie erwischt, sagte Munk. Und Marian? Marion geht es gut, sagte Munk. Mia öffnete die Augen wieder und lächelte vorsichtig. Ja, ja, sagte Munk und nickte. Er konnte sehen, wie ihr Körper plötzlich ganz ruhig wurde, ihre Hand in seiner wurde schlaff und ihr Kopf versank tiefer im Kissen. Kommst du mich besuchen? fragte sie zaghaft. Auf Hitra. Mia nickte behutsam. Im Urlaub vielleicht, sagte Munk, aber ich finde, du solltest hier sein. Irgendwer muss mir doch Gesellschaft leisten. Okay, murmelte Mia und schloss die Augen. Der Arzt schaute herein und zeigte auf sein Handgelenk. Munk nickte. Als er sich zu mir umdrehte, schlief sie. Sie hörten? Engelskalt von Samuel Björk gelesen von Dietmar Wunder.